hören Volker Kutscher Der nasse Fisch Gerion Raths erster Fall Gelesen von David Nathan Hörbuch Hamburg Verlag 2022 Spree Athen ist tot und Spree Chicago wächst heran Walter Rathenau You can't always get what you want But if you try sometimes, you might find you get what you need. Rolling Stones Erster Teil Der Tote im Landwehrkanal 28. April bis 10. Mai 1929 Wann würden Sie zurückkommen? Er lauschte. In der Dunkelheit geriet jedes kleinste Geräusch zu einem Höllenlärm, jedes Flüstern wuchs zu einem Brüllen heran. Die Stille selbst lärmte in seinen Ohren. Ein immerwährendes Dröhnen und Rauschen. Der Schmerz machte ihn halb wahnsinnig. Er mußte sich zusammenreißen. Das Geräusch der Tropfen nicht beachten, so laut es auch war. Tropfen, die auf einen harten, feuchten Boden fielen. Er wußte, daß es sein eigenes Blut war, das da auf den Beton tropfte. Er hatte keine Ahnung, wohin sie ihn verschleppt hatten. Irgendwohin, wo ihn niemand hörte. Seine Schreie hatten sie nicht aus der Ruhe gebracht, die hatten sie eingeplant. Ein Keller, vermutete er. Oder eine Lagerhalle? Jedenfalls ein fensterloser Raum. Hier hinein drang kein Lichtstrahl, nur ein leises Schimmern. Der letzte Rest von Helligkeit, der ihm noch geblieben war, seit er auf der Brücke gestanden und den Lichtern eines Zuges hinterhergeschaut hatte, versunken in Gedanken. Gedanken an den Plan. Gedanken an sie. Dann der Schlag und der Sturz in die Dunkelheit. In eine Dunkelheit, die ihn seitdem nicht mehr verlassen hatte. Er zitterte, nur die Seile in den Armbeugen hielten ihn aufrecht, seine Füße trugen ihn nicht, sie waren nicht mehr, sie waren nur noch Schmerz, ebenso seine Hände, die nichts mehr halten konnten. Er legte seine ganze Kraft in die Arme und vermied es, den Boden zu berühren, das Seil scheuerte, er schwitzte am ganzen Körper. Die Bilder kamen immer wieder, er konnte sie nicht verdrängen, der schwere Hammer, seine Hand festgebunden an diesem Stahlträger, das Geräusch der splitternden Knochen, seiner Knochen, der unerträgliche Schmerz, Schreie, die zu einem einzigen großen Schrei zusammenwuchsen, die Ohnmacht, und dann das Erwachen aus der dunklen Nacht, Schmerzen, die an den äußersten Enden des Körpers zerrten. Aber zu seiner Mitte waren sie nicht vorgedrungen, davon hatte er sie ferngehalten. Sie hatten ihn mit Drogen gelockt, die linderten den Schmerz. So wollten sie ihn gefügig machen, er musste gegen seine Schwäche kämpfen, auch die vertraute Sprache hätte ihn fast weich gemacht. Doch die Stimmen klangen härter als die in seiner Erinnerung, viel härter, kälter, böser. Svetlana's Stimme hatte dieselbe Sprache gesprochen. Aber wie anders hatte sie geklungen, ihre Stimme hatte Liebe geschworen und Geheimnisse offenbart, ihre Stimme war Vertrautheit gewesen und Verheißung. Ja, sie hatte sogar die helle Stadt wieder lebendig werden lassen, die Stadt, die er verlassen hatte. Nie hatte er sie vergessen können, auch in der Fremde nicht. Es blieb seine Stadt, eine Stadt, die eine bessere Zukunft verdient hatte, sein Land, das eine bessere Zukunft verdient hatte. Hatte sie nicht dasselbe gewollt? Die Verbrecher verjagen, die dort die Macht an sich gerissen hatten? Er musste an die Nacht denken, die durchwachte Nacht in ihrem Bett, eine warme Sommernacht, die ihm vorkam, als läge sie eine Ewigkeit zurück. Svetlana, sie hatten sich geliebt und sich ihre Geheimnisse anvertraut und sie zu einem einzigen großen Geheimnis zusammengefügt, um ihren Hoffnungen ein Stück näher zu kommen. Alles war so gut gelaufen, doch irgendwer musste sie verraten haben. Sie hatten ihn verschleppt. Und Svetlana? Wenn er bloß wüsste, was aus ihr geworden war. Die Feinde waren überall. Sie hatten ihn an diesen dunklen Ort gebracht. Ihre Fragen hatte er schon gekannt, bevor sie ausgesprochen wurden. Er hatte geantwortet, aber nichts gesagt. Und sie hatten es nicht einmal gemerkt. Sie waren dumm. Die Gier machte sie blind. Der Zug war bereits auf dem Weg, das durften sie nicht erfahren, unter keinen Umständen, der Plan stand kurz vor der Vollendung. Er hatte in ihre Augen gesehen, bevor sie zuschlugen, und dort hatte er die Gier gesehen und die Dummheit. Der erste Schlag war der schlimmste. Alles, was danach kam, verteilte den Schmerz nur. Die Gewissheit, sterben zu müssen, hatte ihn stark gemacht. So konnte er es ertragen, nie wieder gehen, nie wieder schreiben, sie nie wieder berühren zu können. Sie war nur noch Erinnerung. Damit musste er sich abfinden. Aber auch diese Erinnerung würde er nie verraten. Die Jacke. Er mußte an seine Jacke kommen. Beinahe unmöglich. Er hatte eine Kapsel dabei. So wie sie alle, sobald sie ein Geheimnis trugen, das nicht in die Hände des Feindes geraten durfte. Er hatte zu spät reagiert, er hatte die Falle nicht erkannt, sonst hätte er die Kapsel längst zerbissen. So aber war sie immer noch ins Futter eingenäht, in seiner Jacke, die dort auf dem Stuhl lag, dessen Umrisse er in der Dunkelheit gerade noch erkennen konnte. Sie hatten ihn nicht gefesselt. Nachdem sie ihm Hände und Füße zertrümmert hatten, hatten sie ihn lediglich in die Seile gehängt, um ihn besser bearbeiten zu können, sobald der Schmerz ihn aus der Ohnmacht zurückgeholt hatte. Sie hatten keinen Bewacher zurückgelassen, so sicher waren sie sich, dass niemand seine Schreie hörte. Er wußte, es war seine letzte Chance. Die Wirkung der Droge ließ nach. Der Schmerz würde unerträglich sein, würde ihn womöglich zurück in die Ohnmacht treiben, wenn er den Halt der Seile aufgäbe. Für wie lange? Der Gedanke an den kommenden Schmerz wurde zu einer Erinnerung an den überstandenen und trieb ihm Schweiß auf die Stirn. Er hatte keine Wahl. Jetzt! Er biss die Zähne zusammen und schloss die Augen, beide Arme streckten sich, die Armbeugen verloren ihren Halt und damit sein ganzer Körper, die Breiklumpen, die einmal seine Füße gewesen waren, berührten den Boden zuerst. Er schrie, noch bevor er mit dem Oberkörper auf den Betonboden klatschte und die Erschütterung des Aufpralls den Schmerz auch in seinen Händen zu alter Größe heranwachsen ließ. Nur nicht das Bewusstsein verlieren, schrei, aber bleib oben, tauche nicht weg. Er krümmte sich am Boden, sein Atem hechelte, als das Pochen und Stechen wieder etwas nachließ. Er hatte es geschafft, er lag auf dem Boden, er konnte sich bewegen, vorwärts robben auf Ellbogen und Knien, eine Blutspur hinter sich herziehend. Schnell war er am Stuhl und hatte seine Jacke mit den Zähnen heruntergerissen. Gierig machte er sich über das Kleidungsstück her. Mit dem rechten Ellbogen fixierte er die Jacke und riss mit den Zähnen am Futter, die Schmerzen machten ihn nur wütender in seinem Reißen und Zerren. Schließlich hatte er das Futter mit einem lauten Ratsch geöffnet. Plötzlich mußte er hemmungslos schluchzen. Die Erinnerung hatte ihn gepackt, wie eine Raubkatze ihr Opfer packt und schüttelt. Die Erinnerung an sie. Er würde sie nie wiedersehen. Er hatte es gewußt, seit sie ihn in die Falle gelockt hatten, doch mit einem Mal wurde es ihm furchtbar klar, wie sehr er sie liebte. Wie sehr. Langsam beruhigte er sich wieder, seine Zunge suchte nach der Kapsel, sie schmeckte Dreck und Flusen, doch schließlich ertastete sie die glatte, kühle Oberfläche. Mit den Schneidezähnen zog er sie vorsichtig aus dem Futter. Geschafft, sie befand sich in seinem Mund, die Kapsel, die alles beenden sollte. Ein triumphierendes Lächeln glitt über sein schmerzzerfurchtes Gesicht. Sie würden nichts erfahren, sie würden sich gegenseitig die Schuld geben, sie waren dumm. Er hörte oben eine Tür zuschlagen, wie ein Donnerschlag verhallte das Geräusch in der Dunkelheit. Schritte auf Beton, sie kamen zurück. Hatten sie den Schrei gehört? Seine Zähne hielten die Kapsel, bereit zuzubeißen. Jetzt war er soweit. Jederzeit konnte er es beenden. Er wartete noch ein wenig. Sie sollten hereinkommen. Er wollte seinen Triumph auskosten bis zur letzten Sekunde. Sie sollten es sehen. Sie sollten hilflos daneben stehen und zusehen müssen, wie er ihnen entkam. Er schloss die Augen, als sie die Tür öffneten und helles Licht in die Dunkelheit drang. Dann biss er zu. Mit einem leisen Klicken zerbrach das Glas in seinem Mund. Der Mann erinnerte ein wenig an Wilhelm II. Der markante Schnurrbart, der stechende Blick wie auf dem Porträt, das zu Kaisers Zeiten in der Stube eines jeden guten Deutschen hing und in manch einer immer noch nicht abgehängt war, obwohl der Kaiser vor über zehn Jahren abgedankt hatte und seitdem in Holland Tulpen züchtete. Der gleiche Schnurrbart, die gleichen Blitzeaugen. Doch da endeten auch die Gemeinsamkeiten. Dieser Kaiser trug keine Pickelhaube, die hing zusammen mit Säbel und Uniform über dem Bettpfosten. Dieser Mann trug nichts außer dem nach oben gezwirbelten Schnurrbart, und einer imposanten Erektion. Vor ihm kniete eine nicht minder nackte Frau, gesegnet mit üppigen Rundungen, die dem kaiserlichen Zepter offensichtlich den gebotenen Respekt entgegenzubringen gedachte. Rat blätterte lustlos in den Fotos, deren eigentlicher Zweck es war, Lust zu erregen. Weitere Aufnahmen zeigten den kaiserlichen Doppelgänger und seine Gespielin bereits in Aktion. Ganz gleich, wie sich ihre Körper verknoteten, der markante Schnurrbart war immer im Bild. »Schweinkram«. Rat blickte sich um, ein Schupo hatte ihm über die Schulter geschaut. »So ein Schweinkram«, fuhr der blaue Kopf schüttelnd fort. »Das ist Majestätsbeleidigung, dafür hat es früher Zuchthaus gegeben.« Aber so beleidigt sieht unser Kaiser doch gar nicht aus, meinte Rat. Er klappte die Mappe mit den Fotos zu und schob sie zurück auf den wackeligen Schreibtisch, den sie ihm zur Verfügung gestellt hatten. Böser Blick unter dem Tschako. Der Mann in der blauen Uniform drehte wortlos ab und ging zu seinen Kollegen. Acht Uniformierte standen in dem Raum und unterhielten sich halblaut, die meisten wärmten ihre Hände an einer Kaffeetasse schaute zu ihnen hinüber. Er wusste, dass die Schupos im 220. Revier gerade andere Sorgen hatten, als einem Kriminalbeamten vom Alex freundlichst Unterstützung zu gewähren. In drei Tagen wurde es ernst. Mittwoch war der 1. Mai. Und Polizeipräsident Sir Giebel hatte alle Mai-Demonstrationen in Berlin untersagt. Die Kommunisten aber wollten trotz des Verbots marschieren. Die Polizei war nervös. Gerüchte über einen geplanten Putsch machten die Runde. Die Bolschewisten wollten Revolution spielen, Sowjetdeutschland mit zehn Jahren Verspätung doch noch errichten. Und im 220. Revier war die Polizei nervöser als in den meisten anderen Berliner Bezirken. Neukölln war ein Arbeiterviertel. Noch roter war höchstens der Wedding. Die Schupus tuschelten. Ab und an warf ein Blauer dem Kriminalkommissar einen verstohlenen Blick zu. Rat klopfte eine Overstolz aus der Schachtel und zündete sie an. Dass er hier ungefähr so willkommen war wie die Heilsarmee in einem Nachtclub, das brauchte ihm niemand zu sagen, das war offensichtlich. Das Sittendezernat genoss in Polizeikreisen keinen allzu guten Ruf. Bis vor zwei Jahren noch war es vorrangige Aufgabe der Inspektion E gewesen, die Prostitution in der Stadt zu überwachen. Eine Art verbeamtete Zuhälterei also, denn nur polizeilich registrierte Prostituierte betrieben ihr Gewerbe legal. Viele Beamte hatten diese Abhängigkeit schamlos ausgenutzt. Bis ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten diese Aufgaben von der Sittenpolizei auf die Gesundheitsämter verlagert hatte. Seitdem kümmerte sich die Inspektion E um illegale Nachtclubs, Zuhälter und Pornografie. Ihr Ruf allerdings hatte sich kaum gebessert. Immer noch schien etwas von dem Schmutz, mit dem sich die Beamten beruflich zu beschäftigen hatten, an ihnen hängen zu bleiben. Rat blies Zigarettenrauch über den Schreibtisch. Von den Schakos an den Garderobenhaken tropfte Regenwasser auf den Linoleumboden, grünes Linoleum, wie es auch in den Büros der Kriminalpolizei am Alexanderplatz verlegt war. Sein grauer Hut wirkte zwischen all dem schwarzen Lack und den glitzernden Polizeisternen wie ein Fremdkörper, ebenso sein Mantel, der mitten im Blau der Schupomäntel hing. Ein Zivilist unter lauter Uniformierten. Der Kaffee in der verbeulten e tasse den sie ihm hingestellt hatten, schmeckte scheußlich. Widerliche schwarze Brühe. Auch im 220. Revier konnte die Polizei also keinen Kaffee kochen. Warum sollte das in Neukölln anders sein als am Alex? Dennoch nahm er einen weiteren Schluck. Etwas anderes hatte er nicht zu tun, nur deswegen saß er hier, um zu warten. Warten auf ein Telefonklingeln. klingeln. Er griff noch einmal zu der Mappe auf dem Schreibtisch. Die Blätter, auf denen Doppelgänger der hohen Zollern und anderer preußischer Prominenz in eindeutigen Positionen abgelichtet waren, gehörten nicht zu der üblichen Billigware. Kein Druck, sondern hochwertige Fotoabzüge in bester Qualität, wohlgeordnet in einer Mappe. Wer so etwas kaufte, musste schon ein paar Mark hinlegen. Das war etwas für die besseren Kreise. Am Bahnhof Alexanderplatz hatte ein fliegender Zeitschriftenhändler die Blätter vertrieben, nur wenige Schritte vom Polizeipräsidium und den Büros der Inspektion E entfernt. Der Mann war der Streifen nur deshalb aufgefallen, weil er die Nerven verloren hatte. Die beiden Schupos hatten den Händler auf eine harmlose Illustrierte aufmerksam machen wollen, die ihm aus dem Bauchladen gefallen war, doch als sie sich näherten, hatte er ihnen sein komplettes Sortiment entgegengeschleudert und die Beine in die Hand genommen. Zusammen mit den Zeitschriften waren den jungen Schupos auch die pornografischen Hochglanzfotos um die roten Ohren geflattert. Ihre Bewunderung für die Kunstfertigkeiten der Fotomodelle hätte sie beinahe vergessen lassen, dem flüchtigen Händler nachzusetzen, und als sie endlich die Verfolgung aufnahmen, war der Mann im Chaos der Baustellen rund um den Alex verschwunden. Das brachte den beiden Schupos kurz darauf im Präsidium den zweiten Satz rote Ohren ein, als sie ihren Fund auf Lankes Schreibtisch ablieferten und Bericht erstatteten. Der Chef der Inspektion E konnte sehr laut werden. Kriminalrat Werner Lanke vertrat die Auffassung, dass Freundlichkeit seiner Autorität schaden könnte. Rat musste daran denken, wie sein neuer Chef ihn vor vier Wochen begrüßt hatte. Ich weiß, dass Sie gute Beziehungen haben, Rat, hatte Lanke ihn angeschnauzt. Doch wenn Sie denken, Sie müssen sich deshalb nicht schmutzig machen, dann haben Sie sich geschnitten. Hier wird niemand geschont. Ein Mann, um den ich nicht gebeten habe, schon gar nicht. Seinen ersten Monat in der Inspektion E hatte er nun fast hinter sich. Die Zeit war ihm vorgekommen wie eine Strafe, und vielleicht war es das ja auch, obwohl sie ihn nicht degradiert hatten, nur versetzt. Er hatte Köln verlassen müssen und auch die Mordkommission, aber er war immer noch Kriminalkommissar und er hatte nicht vor ewig bei der Sitte rumzuhängen. Er verstand nicht, wie der Onkel das aushielt, aber dem Kollegen schien die Arbeit für die E sogar Spaß zu machen. Oberkommissar Bruno Wolter, wegen seiner gemütlichen Art von den meisten Kollegen Onkel genannt, leitete ihre Ermittlungsgruppe und auch die heutige Razzia. Draußen im Hof des Polizeireviers stand der Mannschaftswagen. Wolter besprach dort mit den beiden Damen von der weiblichen Kriminalpolizei und dem Bereitschaftsführer die Einzelheiten der geplanten Aktion. Jeden Moment konnte es losgehen. Sie warteten nur auf Jäniges Anruf. Rath stellte sich vor, wie der Frischling in der muffigen Wohnung saß, die sie für die Observierung des Ateliers beschlagnahmt hatten, in einer Hand das Fernglas, während die andere nervös über dem Telefonhörer zitterte. Auch Kriminalassistent Stefan Jänicke war erst Anfang April zur Sitte gekommen, ganz frisch von der Eiche gefallen, wie Wolter ihn manchmal aufzog, denn Jänicke war direkt von der Polizeischule Eiche zum Dienst am Alex beordert worden. Doch der blonde, wortkarge Ostpreuße ließ sich von den Frotzeleien der älteren Kollegen nicht beirren. Er nahm seinen Beruf ernst. Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte, Rath drückte die Zigarette aus und griff nach dem schwarzglänzenden Hörer. Der Mannschaftswagen hielt direkt vor einer großen Mietskaserne in der Hermannstraße. Misstrauisch schauten die Passanten zu, wie die jungen Uniformierten von der Pritsche sprangen. Polizei war in diesem Teil der Stadt nicht gern gesehen. Im Halbdunkel des Torbogens, der zu den Hinterhöfen führte, wartete Jänicke, die Hände in die Manteltaschen gegraben, den Kragen hochgeschlagen und die Hutkrempe in die Stirn gezogen. Rat musste ein Lachen unterdrücken, Jänicke gab sich die größte Mühe wie ein abgebrüter Großstadtbulle auszusehen, doch die ewig roten Wangen verrieten den Jungen vom Lande. Da müssen jetzt ungefähr ein Dutzend Leute drin sein, sagte der Frischling und versuchte mit Rat und Wolter Schritt zu halten. Ich habe einen Hindenburg gesehen, einen Bismarck, einen Moltke, Wilhelm I und Wilhelm II und sogar einen alten Fritz. Ich hoffe auch ein paar Mädels, sagte der Onkel und steuerte den zweiten Hof an. Die beiden Damen lächelten säuerlich, die Zivilbeamten und zehn Uniformierte folgten dem Oberkommissar zum zweiten Hinterhaus, auf dem Hof spielten fünf Jungen mit einer Blechdose Fußball. Als sie das Polizeiaufgebot sahen, blieben sie stehen und ließen die Dose eine letzte scheppernde Pirouette drehen. Wolter legte den Zeigefinger an die Lippen. Der Älteste, er mochte vielleicht elf Jahre zählen, nickte stumm. Oben wurde ein Fenster zugeschlagen. Fotoatelier Johann König, vierte Etage, verkündete ein Messingschild am Treppenaufgang. Der Onkel hatte einen seiner zahlreichen Informanten in der Berliner Unterwelt bemühen müssen, um König auf die Spur zu kommen, denn der Fotograf war ein unbeschriebenes Blatt, polizeilich gesehen. Er fertigte preiswerte Passfotos für die wenig zahlungskräftige Neuköllner Kundschaft an, ab und an auch die obligatorischen Familienfotos, Säuglinge auf Eisbärenfell, Kinder mit Schultüten, Hochzeitspaare und was die Kundschaft sonst so wünschte. Als Schmutzfink war er noch nicht in Erscheinung getreten, keine Vorstrafen. Aber einen Eintrag gab es doch, einen politischen. Man musste nicht straffällig werden, um der Polizei aufzufallen? Rat hatte die Idee gehabt, auch die umfangreiche Kartei der Abteilung IA, der politischen Polizei, zu durchforsten und war auf eine Notiz gestoßen, die dort seit zehn Jahren schlummerte. 1919 hatten die politischen Johann König als Anarchisten registriert und ihm eine eigene, wenn auch nur spärlich beschriftete Karteikarte gewidmet. Nach den Revolutionszeiten war der Fotograf politisch nicht mehr aufgefallen, er hatte sich wieder ins Private zurückgezogen wie so viele. Aber jetzt hatte ihn seine offensichtliche Abneigung gegen Preußens Glanz und Gloria doch noch in Schwierigkeiten mit dem Gesetz gebracht. Kein Wunder, dachte Rath, mit so einem Nachnamen gegen die Monarchie zu sein, das kann einfach nicht gut gehen. Einem jungen Bereitschaftspolizisten schienen ähnliche Gedanken durch den Kopf zu gehen. Der Kaiser bumst beim König, witzelte er und schaute nervös grinsend in die Runde. Niemand lachte. Wolter postierte den Witzbold vor dem Eingang zum Hinterhaus, mit dem Rest der Truppe stiegen sie so leise wie möglich das schummrige Treppenhaus empor, in das nur wenig Tageslicht fiel. Irgendwo im Haus dudelte ein Radio Schlagermusik, im zweiten Stock öffnete sich eine Tür, ein grauhaariges Mütterchen streckte ihre Nase ins Treppenhaus und zog sie ganz schnell wieder zurück, als sie das Polizeiaufgebot sah. Zwei Frauen und zwölf Männer, die kaum einen Laut machten. Ganz oben vor der letzten Tür blieben sie stehen. Johann König, Fotograf, stand dort angeschlagen diesmal allerdings nicht in messing graviert sondern auf ein vergilbtes pappschild gedruckt das sich bereits wellte wolter sagte nichts sah nur kurz den bereitschaftsführer an und führte den erhobenen rechten zeigefinger an die lippen nur das radio war noch zu hören und von der straße her ein weit entferntes auto hupen ein kräftiger tritt hätte gereicht um die klapprige tür in den raum fliegen zu lassen doch wolter schob den bereitschaftsführer beiseite Rat sah, wie der Onkel einen Dietrich aus der Manteltasche zog und sich am Schloss zu schaffen machte. Er brauchte keine fünf Sekunden, um es zu öffnen. Bevor er die Tür aufstieß, zog Wolter seine Dienstwaffe, die anderen taten es ihm gleich. Nur Rat ließ seine Mauser stecken. Nach dem Zwischenfall in Köln hatte er sich geschworen, keine Waffe mehr anzurühren, wenn es irgendwie zu vermeiden war. Er ließ den bewaffneten Kollegen den Vortritt und blieb draußen an der Tür stehen. Von dort beobachtete er die absurde Szene, die sich im Atelier abspielte, kaum hatten die Polizisten den großen Raum betreten. Auf einem grünen Kanapee mühte sich gerade ein muskulöser Hindenburg auf einer nackten ab, die entfernt an Matahari erinnerte. Daneben stand ein einfacher uniformierter Lanzer mit Pickelhaube. Ob er sich als nächster mit Matahari vergnügen durfte oder seinem Generalfeldmarschall noch sexuell zu Diensten sein musste, war nicht ersichtlich. Die übrigen Darsteller, die Hälfte davon nackt, betrachteten die mit mehreren Scheinwerfern ausgeleuchtete Szene und unterhielten sich angeregt. Ein Mann mit Ziegenbart hockte hinter einem Fotoapparat und gab dem Generalfeldmarschall Befehle. Äh, Dreh Sophies Hintern ein bisschen mehr zu mir. Äh, noch etwas. Ja, so geht's. Stillhalten und... Jawoll! Und wieder hatte er eine Aufnahme im Kasten. Wunderbar. Alles Beweismaterial. Niemand in der illustren Runde hatte bemerkt, dass gut ein Dutzend Polizisten mit gezogenen Pistolen das Atelier betreten hatten. Die jungen Bereitschaftspolizisten verrenkten sich die Hälse, um genug sehen zu können, und schoben sich weiter in den Raum. Es schepperte, als ein Scheinwerfer in dem Gedränge zu Boden ging. Die Gespräche verstummten, alle Gesichter drehten sich zur Tür, die Mienen gefroren im selben Moment, nur Hindenburg und Matahari ließen sich nicht aus dem Rhythmus bringen. Aushebung, Polizei! rief Wolter in den Raum. Alles kommt mit zum Präsidium, gegen wer ist zwecklos. Lass besser alles stecken, wo es steckt, vor allem wenn es wie eine Waffe aussehen sollte. Nun schauten auch Hindenburg und Matahari auf. Niemand kam auf die Idee, sich zu wehren. Einige Hände gingen in die Höhe, andere schoben sich reflexartig vor Geschlechtsteile. Alle vier Frauen im Atelier waren kaum oder gar nicht bekleidet. Die Beamtinnen warfen ihnen Wolldecken über die Blöße, dann traten die Uniformierten in Aktion. Die ersten Handschellen klickten, König faselte irgendetwas von Erotik und Freiheit der Kunst, verstummte aber, als Wolter ihn anschnauzte. Und dann war die Prominenz dran. Bismarck, Klick, Friederikus Rex, Klick, der alte Fritz hatte tatsächlich Tränen in den Augen, als man ihm die Eisen anlegte. Alle wurden der Reihe nach verpackt. Hindenburg und Matahari musste man vom Kanapee holen, die Jungs von der Bereitschaft hatten leichtes Spiel und ihren Spaß. Rat hatte genug gesehen und ging zurück ins Treppenhaus, keine Gefahr mehr, daß einer entwischte. Er stand am Geländer und schaute in die Tiefe, den Hut hatte er abgenommen, seine Hände spielten mit dem grauen Filz. Wenn das hier vorbei wäre, stünden noch die Verhöre im Präsidium an, viel Arbeit, nur um ein paar Ratten an die Wand zu nageln, die ihr Geld damit verdienten, andere beim Bumsen zu fotografieren und nationale Gefühle zu verletzen. An die Hintermänner, die das wirklich große Geld machten, würden sie sowieso nicht rankommen, Stattdessen würden wieder ein paar arme Schweine hinter Gittern landen. Lanke hätte ein Erfolgserlebnis, das er an den Polizeipräsidenten melden könnte, und nichts würde sich ändern. Rat musste sich große Mühe geben, darin einen Sinn zu sehen. Nicht, dass er Pornografie gut hieß, aber er konnte sich auch nicht besonders darüber aufregen. So war die Welt nun einmal, seit sie aus den Fugen geraten war. 1919 hatte die Revolution alle moralischen Werte auf den Kopf gestellt, 1923 die Inflation alle materiellen. Gab es nicht wichtigere Dinge, um die sich die Polizei zu kümmern hatte? Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten zum Beispiel und dafür zu sorgen, dass nicht einer den anderen ungestraft totschlagen kann? In der Mordkommission hatte er gewusst, warum er bei der Polizei arbeitete, aber bei der Sitte... Wen kümmerten schon ein paar Pornos mehr oder weniger? Vielleicht die selbsternannten Moralapostel, die auch in der Republik ihren Platz gefunden hatten, aber zu denen gehörte er nicht. Das Geräusch einer Toilettenspülung riß ihn aus seinen Gedanken. Auf halber Treppe öffnete sich eine Tür. Ein schlanker Mann wollte sich gerade die Hosenträger übers Unterhemd ziehen und stutzte, als er Rat dort oben stehen sah. Der Kommissar kannte das Gesicht. Ein Gesicht, das in der Sammlung noch fehlte. Der spitze Schnurrbart, die strengen Augen, die nun eher überrascht schauten. Der falsche Wilhelm II brauchte keine Sekunde, um die Situation zu erfassen. Mit einem Satz war er über das Geländer und fast eine halbe Etage hinuntergesprungen. In schnellem Staccato polterten seine Schritte abwärts. Rat setzte hinterher. Instinktiv. Er war Bulle. Er jagte Verbrecher. Und derzeit eben solche, deren Verbrechen darin bestand, einem abgedankten Kaiser ähnlich zu sehen und sich beim Vögeln fotografieren zu lassen. Keine Zeit, den Kollegen Bescheid zu sagen. Im Treppenhaus war es so dunkel, dass er die Stufen kaum erkennen konnte. Er stolperte mehr, als das er rannte. Endlich hatte er das Erdgeschoss erreicht, das Tageslicht blendete. Fast wäre er über den Bereitschaftspolizisten gestolpert, der sich gerade vom Boden hochrappelte. Wo ist er? fragte Rat. Und der junge Polizist, der vor fünf Minuten noch Witze über kopulierende Kaiser gerissen hatte, zeigte mit zerknirschtem Blick in Richtung Hermannstraße. Ich verfolge den Flüchtigen! Machen Sie Meldung! brüllte Rat. Dann hetzte er durch die Tore auf die Hermannstraße. Es hatte aufgehört zu regnen, doch der Asphalt glänzte noch nass und schwarz. Vor dem Haus hielt die grüne Männer, die die Ernte ihrer Razzia in Empfang nehmen und zum Alex bringen sollte. Und wo war Wilhelm II? Rat blickte sich um, überall entlang der Straße, halb auf dem Gehweg, halb auf dem Fahrdamm lagen Baumaterialien, Balken, Stahlträger und Stahlrohre, an denen sich Fußgänger und Autos vorbeizwängten, bestimmt für den U-Bahnbau unter der Hermannstraße. Der Fahrer des gefangenen Transporters war inzwischen ausgestiegen und gab dem Kommissar einen Wink. Rat kletterte fluchend über einen Stapel Bretter, und da sah er den Porno-Kaiser geduckt mit hängenden Hosenträgern die Hermannstraße hinunterlaufend, hinab in Richtung Hermannplatz. »Halt, stehen bleiben, Polizei!« rief Rath. Sein Ruf wirkte auf Wilhelm II wie ein Startschuss. Der Mann richtete sich auf und schoß nach vorn, quer über die Fahrbahn zum Bürgersteig, auf dem er sich rüde an ein paar Passanten vorbeipöbelte. »Haltet den Mann fest!« rief Rath. Das ist ein Polizeieinsatz!« Kein Mensch reagierte. Gebt dir keine Mühe, hörte er eine bekannte Stimme hinter sich. Die Leute hier helfen keinem Bullen. Wolter klopfte ihm auf die Schulter. Lauf, sagte der Onkel und sportete los. Zusammen kriegen wir die Ratte. Rat war erstaunt, wie schnell der kräftig gebaute Wolter trotz seines Körpergewichts die leicht abschüssige Hermannstraße hinunterlief. Nur mit Mühe konnte er ihm folgen. Erst kurz vor dem Hermannplatz hatte er den Onkel wieder eingeholt. Siehst du ihn? keuchte Rath. Er spürte Stiche in der Seite und mußte sich an einer Straßenlaterne abstürzen. Erst jetzt merkte er, daß er seinen Hut noch immer in der Hand hielt und setzte ihn auf. Wolter wies mit einem kurzen Kopfnicken zum Hermannplatz. Vor ihnen türmte sich der gigantische Koloss des Karstadt-Rohbaus in den Himmel. Das neue Kaufhaus sollte dem Biederen Hermannplatz einen Hauch von New York verleihen. Für diesen Sommer war die Einweihung geplant, Jetzt aber war da nur ein riesiges Baugerüst zu sehen, flankiert von Lastenaufzügen und Kränen. Fast 60 Meter ragten die beiden Türme an der Nord- und Südseite in die Höhe, und Wilhelm II rannte auf die Südecke der Baustelle zu, quer über die große Kreuzung vorbei an hupenden Autos. Um ein Haar wäre er der Straßenbahn der Linie 29 unter die Räder gelaufen, die gerade die Hermannstraße hinauf wollte, doch im letzten Moment kreuzte er die Fahrbahn des quietschenden Monstrums mit einem Hechtsprung und war den Blicken der beiden Polizisten entschwunden. Sie mussten warten, bis die Bahn an ihnen vorbeigerumpelt war, und dann war von ihrem Mann nichts mehr zu sehen. Sie überquerten die Kreuzung und hielten den Platz im Blick. In die U-Bahn hat es jedenfalls nicht geschafft, meinte Wolter. So viel Zeit hatte er nicht. Aber dafür hatte er Zeit, sagte Rat und deutete auf den Bauzaun. Eine mit Plakaten tapezierte Bretterwand, gut zwei Meter hoch, riegelte die gesamte Kaufhausbaustelle vom Menschengewimmel auf dem Hermannplatz ab. Der Onkel nickte, sie näherten sich der Baustelle, ihre Augen suchten die Stelle, an der der Mann über den Zaun geklettert sein könnte. Nehmt eure Rechte wahr, demonstriert am 1. Mai, hatte jemand mit roter Farbe quer über den Bauzaun gepinselt und dabei gleich mehrere Werbebotschaften verhunzt. Da, das Plakat. Rat schaute Wolter an, der mußte es im gleichen Moment entdeckt haben. Sie gingen auf die Sinalco-Werbung zu und untersuchten sie aus der Nähe. Über dem S und unter dem C war das Papier eingerissen, Schmutz abrieb wie von Schuhen. Keine Sachbeschädigung, Kletterspuren. Wolter machte Räuberleiter, Rad zog sich an dem glitschig nassen Holz hoch und lugte über die Bretterwand. Tatsächlich, da sah er ihn. Wilhelm II. lief in Richtung Obernstraße und hatte das gegenüberliegende Ende der Baustelle fast erreicht. Eine ordentliche Strecke. Die Kaufhausfassade nahm die komplette Längsseite des Hermannplatzes ein, bestimmt an die 300 Meter. Er will zur Obernstraße. Halt ihn auf! Rief er dem Onkel zu setzte über den Zaun und nahm die Verfolgung wieder auf. Wenn Bruno ihm den Weg abschneiden würde, dann hätten sie ihn in der Zange. Wilhelm II hatte ihn bemerkt, sein Blick wurde zusehends gehetzter. Der falsche Kaiser war jetzt auf der Höhe des Nordturms, lief an dem Lastenaufzug vorbei, der den Turm flankierte, direkt auf den Zaun an der Obernstraße zu, gleich säße er in der Falle. Doch der Mann blieb stehen, er machte Kehrt und verschwand hinter dem Stahlgerüst des Aufzugs und dann sah Rat ihn an den Stahlstreben nach oben klettern, flink wie eine Ratte. So schnell gab der nicht auf. Rat überlegte nicht lange, er musste hinterher. Unmöglich auf dem gleichen Weg. Der Porno-Kaiser musste Fassadenkletterer oder Akrobat sein. Oder beides. Nichts für einen Polizisten ohne Zirkuserfahrung. Rat entschied sich für das Gerüst und schwang sich auf die nächstbeste Leiter. Vorsichtig, Stockwerk für Stockwerk stieg er nach oben, immer darauf bedacht, die flink kletternde Ratte nicht aus den Augen zu verlieren. Heute war Sonntag, die riesige Baustelle verlassen, nur zwei Menschen bewegten sich in dem Gewirr aus Stahl und Holz. Dann waren die Leitern zu Ende, in der siebten Etage hörte das Gerüst auf, höher war das Hauptgebäude nicht der lastenaufzug aber stand am nordturm der einem abgebrochenen wolkenkratzer glich und dessen gerüst führte noch ein paar etagen höher hinauf wilhelm war weitergeklettert wollte der bis zur turmspitze es sah fast so aus rat stöhnte nur nicht nach unten blicken betete er sich vor nur nicht nach unten oben in den aufzug kletterte der kaiser in sechzig metern höhe rat versuchte nicht daran zu denken und sah starr geradeaus er musste ein paar Meter über schwankende Bohlen laufen, um den Nordturm zu erreichen. Das nächste Gerüst, die nächsten Leitern und die Kletterei ging weiter. Den Kaiser sah er nicht mehr. Ganz egal, einfach weiter nach oben, sie würden ihn schon kriegen. Und dann hatte er das Ende des Turmgerüsts erreicht. Rat war völlig außer Atem und lehnte seinen Kopf gegen einen kühlen Eisenträger. Keuchend schaute er sich um. Wo war der Kerl? Nichts zu sehen. Konnte sich der Drecksack nicht einfach ergeben? Er musste doch einsehen, dass es zwecklos war. Er fühlte, wie sich seine Hände um den Eisenträger krampften, als er den Blick nach unten richtete. Warum nur zog ihn die Tiefe derart an, wo sie ihn doch gleichzeitig so in Panik versetzte? Auf dem Hermannplatz wuselten unendlich kleine Winzlinge durcheinander, Spielzeugautos rollten kreuz und quer. Seine Knie wurden weich. Über die Dächer konnte er weit hinein nach Kreuzberg schauen, die große Halle des Görlitzer Bahnhofs mitten im Häusermeer und in der Ferne die Schornsteine des Kraftwerks Klingenberg vor einem grauen Himmel. Er zwang sich zurück auf das Gerüst zu schauen. Wo war der falsche Kaiser? Wieder auf dem Weg nach unten? Auch gut, da würde Bruno ihn in Empfang nehmen. Doch wenn der Kerl noch hier oben rumturnte, dann wäre es seine Aufgabe, die Ratte zu verschnüren, die Aufgabe von Gerion Rath, Höhenangst hin oder her. Er versuchte zu lauschen, doch der Wind pfiff unerträglich laut. Vorsichtig kletterte er eine Etage tiefer, hier war es wenigstens etwas windgeschützt. Und plötzlich stand Wilhelm II. vor ihm. Der Mann schien ebenso erschrocken zu sein wie der Kommissar. Seine Augen waren weit aufgerissen, eine Hälfte seines falschen schnurrbarts hatte er auf seiner wilden Flucht verloren. »Hau ab, Bulle!« sagte er. Seine Stimme klang nervös und schrill, alles andere als majestätisch. Seine Augen hatten etwas Wahnsinniges, ein Eindruck, den die verschmierte Theaterschminke noch verstärkte. »Kokain« dachte Rat sofort, der ist auf Koks, der hat sich vorhin auf dem Klo die Nase vollgezogen, das kann ja heiter werden. Mensch Junge, sagte er und versuchte möglichst ruhig zu klingen, sieh doch ein, dass es zwecklos ist. Du hättest uns beiden schon die Kletterei ersparen können, erspar uns wenigstens weiteren Ärger. Dir erspar ich überhaupt kein Ärger, sagte der Mann. Plötzlich hatte er etwas metallisch Glänzendes in der Hand. Na prima, dachte Rat, ein Kokser mit Knarre. »Steck das Ding lieber wieder weg, sagte er, oder gib es mir. Und ich verspreche dir, ich habe keine Pistole in deiner Hand gesehen, auch nicht, wie du einen Beamten damit bedroht hast. Stunde zu Ende, Arschloch? Beamtenbeleidigung kann ich auch vergessen. Und weg den Loch in deine Birne, Brate, kannst du auch vergessen, wa?« Ich will ja nur vernünftig mit dir reden. Die Waffe in der Hand zitterte leicht. Rat sah, dass es ein kleines Kaliber sein musste. Aber sie standen nicht weit voneinander entfernt. Für einen Polizistenmord würde es im Zweifelsfall reichen. <laughs> du willst mir nur einholen, Scheißbulle, bis dein Kumpel dir helfen kommt. Der Kuckser wusste gar nicht, wie recht er hatte. Rat sah, wie Wolter langsam hinter dem Mann auf die Bohlen kletterte. Mein Kumpel, der wartet unten auf dich, sagte er. An dem kommst du nicht vorbei, auch wenn du mich erschießt. Der hat nämlich auch eine Kanone, aber eine etwas größere als dein Spielzeug. Soll ich dir mal zeigen, was das Spielzeug kann? Der Mann hob die Pistole, doch im selben Augenblick hatte Wolter ihn von hinten gepackt. Mit beiden Händen hielt er den rechten Arm des Koksers umfasst, den mit der Pistole. Wolter versuchte, an die Waffe heranzukommen und streckte seine Hand danach aus. Endlich hatte er sie erreicht, da löste sich ein Schuss. Rat hörte das Pfeifen des Projektils dicht an seinem Ohr, Holz splitterte, er duckte sich instinktiv. Der falsche Kaiser guckte entsetzt und vergaß seine Gegenwehr für einen Moment, Wolter nutzte seine Chance und schlug die Schusshand mit aller Gewalt gegen einen Stahlträger. Ein Schmerzensschrei, die Waffe polterte auf die Holzbohlen. Der Onkel drehte sich den Ganoven zurecht und rammte ihm seine Rechte in den Magen, der Mann klappte augenblicklich zusammen. Dennoch ließ der bullige Polizist einen linken Haken folgen, der den Kaiser endgültig auf die Bretter schickte. Wolter trat dem Bewusstlosen noch einmal in die Seite und keuchte. So ein Arschloch! Er kettete den Mann mit Handschellen ans Gerüst und sammelte dessen Pistole auf. Es war knapp, Gerian, sagte er. Du hättest deine Waffe ziehen sollen. Ich brauchte beide Hände zum Klettern. Rat wusste, der Onkel hatte recht. Es war eine Illusion zu glauben, man könne den Job bei der Sitte ganz ohne Schusswaffe erledigen. Polizei war Polizei. Danke, Kollege, sagte er schließlich, als er merkte, dass Wolter auf seinen Spruch nicht einging. Danke, Partner, so heißt das, sagte Wolter und klopfte ihm auf die Schulter. Der Oberkommissar zückte ein Taschenmesser, klappte es auf und machte sich an dem großen Querbalken hinter Rat zu schaffen. Nach einiger Zeit hatte er die Kugel aus dem Holz geschält, er nahm sie und ging zu dem Kokser, der wieder zu sich gekommen war und sich unter den Handschellen aufbäumte. Wolter verpasste ihm eine derart kräftige Ohrfeige, daß die Nase zu bluten begann. Erschrocken schaute der Mann den Polizisten an, der sich direkt vor ihnen auf die Bohlen gehockt hatte und ihm das Projektil vor die Nase hielt. Du solltest mir dankbar sein, du Riesenarschloch, sagte Wolter. Das Riesenarschloch spuckte Blut. »Weißt du, warum?« Hektisch flackernde Augen. »Ich hab dich davor bewahrt, dass du als Polizistenmörder aufs Schafott kommst.« Blutspucken. »Aber versuchten Polizistenmord, den hast du immer noch an der Backe. Weißt du, was wir mit solchen Leuten machen?« Kopfschütteln. »Du weißt es nicht? Dann hör mir gut zu. Du kommst nach Plötzensee?« und da sorgen wir dafür, dass du zu den richtig harten Jungs gesperrt wirst. Und denen erzählen wir, du bist ein gottverdammter Schlüpferfresser. Weißt du, was die mit Kinderfickern machen in Plötzensee? Kein Wärter ist so blöd und mischt sich da ein. Ich kenne Leute, die hätten sich eher aufs Schafott gewünscht. Die hätten sich gewünscht, sie hätten getroffen, als sie auf einen Polizisten anlegten. Entsetzter Blick. Wolter schaute Rat an. Was machen wir nun mit diesem Drecksack? fragte er. Barth zuckte mit den Schultern, der Onkel wandte sich dem Koksa zu. Weißt du eigentlich, dass wir die einzigen Freunde sind, die du auf dieser tristen Welt noch hast? Er drehte das Projektil zwischen seinen Fingern. Das hier ist ein Beweismittel. Mit dieser Kugel hast du auf meinen Partner geschossen und beinahe getroffen. Er steckte sie in die Jackentasche. Vielleicht ist diese Kugel aber auch niemals abgefeuert worden. Wolter wartete, bis der Mann die Worte verarbeitet hatte, dann nahm er die Pistole, fasste sie am Lauf und ließ sie mit spitzen Fingern pendeln. Wie ein Magnetiseur im Varieté, der einen Freiwilligen aus dem Publikum in die Hypnose pendelt. Die Koks Augen versuchten der Waffe zu folgen. »Schönes Modell. Klein, aber handlich.« Wolter pfiff durch die Zähne. »Oh, eine Lignose.« ein Einhänder, richtig? Kaliber 6,75, mit deinen Finger abdrücken, darüber freut sich jeder Richter. Er steckte die Pistole in die Tasche. Kommt aber ganz auf dich an, ob ein Richter das jemals zu sehen bekommt. Endlich fand der Kokser die Sprache wieder. Was willst du, Bolle? keuchte er. Pupillen huschten haltlos hin und her, in seinem Blick mischten sich Angst und Hoffnung. Ich will dir klarmachen, dass es jetzt ganz allein an dir liegt, wie rosig deine Zukunft aussieht. Es ist ganz einfach. Pass gut auf. Ich erkläre es dir nur einmal. Du gehörst ab sofort mir und meinem Partner. Wolter zeigte auf Rat, der langsam näher gekommen war. Wenn wir dir Fragen stellen, dann hast du Antworten parat. Immer. Ganz gleich, zu welcher Tages- und Nachtzeit wir dich besuchen. Er nahm dem Mann die Handschellen ab und zog ihn hoch. Probieren wir gleich mal aus, ob du verstanden hast. Wenn du dich gut anstellst, dann musst du nicht mal mit aufs Präsidium. Ich hab noch nie einen verpfiffen. Sucht euch eure acht Joschen Jungs woanders. Oh, einmal ist immer das erste Mal. Das sollte so einer wie du doch wissen. Wolter gelang ein beinahe charmantes Lächeln, beinahe. Glaub mir, man gewöhnt sich dran. Und manchmal springt sogar was für dich dabei raus. Wenn wir mit dir zufrieden sind. Und weg euch sah, ihr könnt mich mal? Denk einfach an das, was ich dir von Plötzensee erzählt habe. Das erleichtert die Entscheidung. Immer noch spiegelten die naßglänzenden Straßen einen weißgrauen Himmel, regenschwere Wolken hingen über der Stadt. Der schwarze Ford A schoss mit geschlossenem Verdeck über den Kottbusser Damm, Wolter steuerte seinen Wagen an langsam zockelnden Sonntagsfahrern vorbei. Rat saß auf dem Beifahrersitz und hing seinen Gedanken nach, während die Stadt an ihm vorüberraste. Am Alex wartete jetzt die eigentliche Arbeit auf sie. Verhöre, verhöre, verhöre. Die Bande schmorte in den Zellen. Frischling jänike hatte sie vor einer Stunde in der grünen Minna zum Alex begleitet. Im Polizeigewahrsam würden sie König und seine Leute noch ein wenig weich kochen, bevor die Arbeit begänne. Mit dem, was der Porno-Kaiser, der auf den bürgerlichen Namen Franz Krajewski hörte, alles verraten hatte, konnten sie der Bande ganz anständig die Hölle heiß machen. Der falsche Kaiser hatte geplaudert wie ein Radio, noch auf dem Gerüst hatten sie ihn ausgequetscht, bevor sie ihn laufen ließen. Rat hatte einen Einblick bekommen, wie Wolter seine Informanten rekrutierte, die Brutalität seines Kollegen hatte ihn überrascht. Schweigend saßen sie nebeneinander, Rat war klar, dass die Nummer auf dem Gerüst auch eine Lektion hatte sein sollen, eine Lektion für den Neuen aus der Rheinprovinz. Wolter schien Rats Gedanken erraten zu haben. Wenn du so eine Ratte einlochst, bekommst du aus ihr gar nichts mehr heraus, sagte er. Es ist viel sinnvoller, wenn der jetzt durch Berlin läuft und weiß, dass wir ihn jederzeit einlochen können. Wenn wir ihn so in der Hand haben, dass er es nicht mal mehr wagt, einen Furz zu lassen, ohne uns zu fragen. Ich sage dir, der Kerl wird uns eine ganze Menge Arbeit ersparen. Hoffen wir nur, dass er sich nicht zu früh den Verstand wegkokst. Er lachte und kramte in seiner Jackentasche. Immer wenn er an das hier denkt, wird er sich vor Angst in die Hosen machen. Wolter hatte die Kugel herausgefischt, die Kugel, die Rat hatte treffen sollen. Hier, sagte er und hielt sie Rat hin. Was soll ich damit? Nimm, schließlich wollte er dich damit abknallen. Wolter trat aufs Gas, nachdem sie die Hochbahn am Kottbusser Tor unterquert hatten. Auf der Dresdner Straße war wenig Verkehr. »Wir sind Partner,« sagte der Onkel. Wir teilen uns jetzt sogar einen Informanten. »Das ist eine Sache allein zwischen uns. Etwas, das niemanden sonst etwas angeht.« Er hatte recht. Sie hatten Krajewski laufen lassen. Das war gegen jede Dienstvorschrift und gegen jedes Gesetz. Rat war nicht ganz wohl bei der Sache. Aber die Kollegen hatten die Geschichte gekauft. Der Mann war ihnen leider entkommen, niemand hatte es ihnen übel genommen, als sie unverrichteter Dinge in die Hermannstraße zurückgekehrt waren. Die Kollegen hatten das Entkommen des Kaisers dem Bereitschaftspolizisten angekreidet, den Krajewski bei seiner Flucht niedergeschlagen hatte. Das schlechte Gewissen hatte den Jungen schweigsam gemacht und diensteifrig. Beim Durchkämmen des Ateliers war er so gründlich vorgegangen, als könne er seinen Fehler damit wiedergutmachen. Rath und Wolter hatten die Arbeiten überwacht, als Jäneke mit der Bande längst unterwegs war. Sie hatten jede Menge Platten und Abzüge gefunden, mehr als genug für den Staatsanwalt, und genug, um König ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Krajewski hatte ihnen auf dem Baugerüst verraten, dass der Fotograf seiner begabten Truppe auch eine Filmkarriere eröffnet hatte. Das war nichts Ungewöhnliches. Nachdem die Pornografie in den vergangenen Jahren stark angewachsen war, in immer größerer Zahl schmutzige Hefte auf der Straße oder unter der Ladentheke verkauft wurden, hatte auch der Bodensatz der Berliner Filmindustrie die Verdienstmöglichkeiten erkannt, die sogenannte Aufklärungsfilme boten. In Hinterzimmern und illegalen Nachtlokalen wurden sie den Eingeweihten gezeigt, meist in den besseren Gegenden im Westen der Stadt, denn der Eintrittspreis lag weit über dem einer normalen Kinovorführung. Oft nahmen sich die reichen Herren gleich einige Gespielinnen mit in die Vorstellung, um das auf der Leinwand gezeigte sogleich in die Praxis umsetzen zu können. So etwas konnte einer wie König niemals alleine stemmen, dazu brauchte es Hintermänner. In der Filmindustrie, im organisierten Verbrechen der Stadt und auch in den besseren Kreisen im Westen. Krajewski nannte keinen Namen, so sehr sie ihm auch zusetzten, vielleicht wusste er wirklich nichts. Aber immerhin hatten sie ein paar Informationen, um König zu überraschen, vielleicht sogar den Ansatzpunkt, um den Pornografiering auszuhebeln. Rat untersuchte das Projektil, das Wolter ihm gegeben hatte, unscheinbar, klein und glänzend. Und doch hätte es ihnen das Leben kosten können. Er schaute den Onkel an, der gerade einen träumenden Radfahrer auf dem Oranienplatz aus dem Weg hubte. Hatte der Mann mit dem gemütlichen Gesicht ihm das Leben gerettet? Jedenfalls hatte er ihn rausgehauen aus einer brenzligen Situation. Nichts in der Welt gab Gerion Rath das Recht, Bruno Wolter zu kritisieren. Er hatte gegen ein paar Vorschriften verstoßen, na und vielleicht war es ja wirklich so, in dieser kalten, großen Stadt herrschte eine andere, härtere Gangart als in Köln. Daran sollte er sich besser gewöhnen. Wenn du hier was werden willst, dann darfst du nicht zimperlich sein, meinte Wolter. Rat wunderte sich, wie gut der Kollege sein Schweigen deutete. Hier was werden? Bei der Sitte? fragte er. Was soll denn das heißen? Uns geht's doch nicht schlecht. Wir treiben uns beruflich im Nachtleben der spannendsten Stadt der Welt herum und der verrufensten. Das hat doch was. Also ich möchte nicht tauschen. Dass manche Kollegen schon mal die Nase rümpfen über unser einen, daran gewöhnt man sich schaute Wolter an, der wieder geradeaus auf den Verkehr starrte. Warum arbeitest du eigentlich nicht in der Inspektion A? Mit deinen Kontakten und deinen Fähigkeiten? Bei den Mordermittlern? Hm. Wenn die meine Fähigkeiten brauchen und meine Erfahrung und meine Kontakte, dann sollen sie mich fragen. Ich bin nicht wild darauf, bei denen mitzuarbeiten. Aber sie haben einen guten Ruf? Natürlich. Gennard's Truppe, die Lieblinge der Presse, die Lieblinge der feinen Gesellschaft. Raub und Mord, das bringt mehr Anerkennung als Schmutz und Schund. Wolter schaute ihn an, als taxiere er seinen Wert. Ist aber gar nicht so einfach da reinzukommen. Gennards Leute sind handverlesen. Da musst du schon einen Knüller hinlegen, einen echten Knüller. Ein fickender Kaiser reicht da nicht. Er lachte. Aber tröste dich, auch wir normalsterblichen Kriminalbeamten dürfen ab und zu mal im Olymp arbeiten. Die Inspektion A leiht sich regelmäßig Beamte aus anderen Inspektionen aus. Dann darfst du dich austoben und Mordkommission spielen. Aber glaub mir, so spannend wie du glaubst, ist eine Mordermittlung nicht. Na, kommt drauf an. Auf was? Ich war früher auch Mordermittler. Langeweile hatte ich jedenfalls keine. Das hatte er noch keinem in Berlin erzählt. Polizeipräsident Sir Giebel war der Einzige, der die Personalakte Gerion Rath vollständig kannte. Und Sir Giebel hatte seinem alten Dutzfreund Engelbert Rath stillschweigen garantiert. Nicht einmal Kriminalrat Lanke kannte die dienstliche Vergangenheit seines neuen Beamten in allen Einzelheiten. Wolter schaute ihn nur kurz an, zog eine Augenbraue hoch und konzentrierte sich wieder auf den Verkehr. »Und? Fehlen dir die Leichen?« fragte er nach einer Weile. Rat musste schlucken, ein bleiches Gesicht tauchte in seinen Gedanken auf, ein bleicher Körper, ein blutverkrustetes Einschussloch in der Brust. Er blickte schweigend aus dem Fenster, Wolter umfuhr die Großbaustelle an der Janowitzbrücke, die auch sonntags für ein Verkehrschaos gut war, und nahm den Weg vorbei am Märkischen Museum über die Waisenbrücke. Doch auch der Alexanderplatz war eine einzige Baustelle, Schwere Dampframmen trieben den U-Bahn-Bau voran und hatten den Platz fast komplett ausgehöhlt. Der Verkehr wurde über dicke Holzbohlen geleitet, Bauzäune bildeten enge Gassen, durch die sich die Fußgängermassen schoben, Holzbalken stützten die stählerne Stadtbahnbrücke über der Königsstraße. Sie waren schon bei Aschinger um die Ecke gebogen, als sie doch noch in die Falle tappten. Der Ford blieb hinter einem gelben BVG-Bus hängen, der den engen provisorischen Fahrweg komplett blockierte. Berlin raucht Juno, verriet die Werbung. Wolter fluchte. Ein Junge im Sonntagsstaat stand auf der Außentreppe, die zum Oberdeck führte und zeigte ihnen eine lange Nase. Das riesige Backsteingebirge des Polizeipräsidiums war bereits zu sehen. Den Namen Rote Burg trug das Gebäude nicht von ungefähr. Der große Eckturm thronte über dem Alexanderplatz wie ein Bergfried, Rat hatte sich erst einmal daran gewöhnen müssen, dass auch die Beamten das Präsidium meinten, wenn sie von der Burg sprachen. »Lass mich hier aussteigen, ich besorg uns was zu essen,« meinte er. »Zu Fuß bin ich schneller in der Burg als du mit dem Auto.« Er musste nicht lange anstehen. Keine zehn Minuten später betrat er das Präsidium über den Eingang Dirksenstraße. Hier, an der Stadtbahnseite, hatte die Kriminalpolizei ihre Büros. Das regelmäßige Rauschen und Rumpeln der Bahnen, die an seinem Fenster vorbeirollten, trommelte ihm Tag für Tag den Rhythmus. Den Schupo am Eingang grüßte Rat mit den Aschinger Papiertüten in seiner rechten, dreimal Bratwurst mit Senf. In der linken Hand der Topf mit dem Kartoffelsalat, sie waren Stammkunden. Bei Aschinger schmeckte es besser als in der Kantine, sie würden erst einmal in aller Ruhe essen und sich dann auf die Verhöre vorbereiten. Bis sie den ersten Kandidaten aus seiner Zelle holten, würde noch etwas Zeit vergehen. Die Bande sollte schmoren. Sein Magen knurrte, als er die Treppen hochstieg. Außer zwei Tassen Kaffee, einer guten zu Hause und einer schlechten im 220. Revier, hatte er heute noch nichts in den Magen bekommen. Als er vom Treppenhaus auf den grau getünchten Korridor trat, blieb er einen Moment Gedanken verloren vor der gläsernen Flügeltür stehen, auf der in großen weißen Buchstaben Mordinspektion stand. Brunos Worte schoben sich in seine Gedanken. Gennards Truppe, Lieblinge der Gesellschaft, Hand verlesen. In dem langen Gang hinter der Glastür hatte sich gerade eine Bürotür geöffnet, auch die Mordermittler hatten sonntags zu tun. Eine junge Frau stand in der Tür und rief noch etwas in den Raum, bevor sie sich abwandte und den Gang herunterkam. Rat blickte durch das Glas in ein schmales Gesicht, ein entschlossen gewölbter Mund, dunkle Augen unter dem schwarzen, modisch kurzgeschnittenen Haar, dunkelrotes Kostüm. Unter dem rechten Arm klemmte eine Aktenmappe, ihre Schritte klapperten schnell und energisch über den Steinboden des langen Korridors. Als sie einen entgegenkommenden Kollegen grüßte, zauberte ihr das Lächeln ein Grübchen auf die linke Wange. »Verlauf dich nicht!« schreckte ihn eine Stimme aus dem Tagtraum. Er drehte sich um, wie ertappt und blickte in ein lachendes Gesicht. »Du arbeitest immer noch bei uns«, sagte Wolter und klimperte mit dem Autoschlüssel. Die Glastür öffnete sich. Die Frau schenkte auch den Beamten der Inspektion E im Vorübergehen ihr Lächeln. »Guten Tag«, sagte sie. Ihre Stimme klang heller, als er erwartet hätte. Wolter tippte zum Gruß an seinen Hut, rathob noch einmal die Papiertüten und kam sich im selben Augenblick ziemlich dämlich und unbeholfen vor. Die Frau blickte ihn neugierig, beinahe belustigt an. Er senkte die Hand mit den raschelnden Tüten, ihr Lächeln kehrte noch einmal zurück. Für einen kleinen Augenblick nur, und er wußte nicht, ob sie ihn aus- oder anlachte, und dann ging sie weiter. Das Dunkelrot entfernte sich, verschwand hinter der nächsten Glastür und wurde immer kleiner. Er schaute ihr noch immer nach. Der Onkel lachte und klopfte ihm auf die Schulter. »Komm, lass uns was essen, bevor die Arbeit beginnt. Du bist ja vollkommen durch den Wind. Wann hast du eigentlich die letzte Frau gehabt?« »Frag mich was Leichteres«, sagte Rat. »Kein Wunder, dass du dich bei der Sitte nicht wohlfühlst«, meinte Wolter, »wenn du lebst wie ein Mönch.« ich machte dich bei Zeiten mal mit ein paar Mädels bekannt. Na, ja, lass mal. Nach der Sache mit Doris hatte Rat vorerst die Nase voll von Frauen. Sie hatte ihn fallen lassen, wie die berühmte heiße Kartoffel. Kaum war das mit der Hetzkampagne losgegangen. Das lag nicht einmal ein halbes Jahr zurück. Na komm, Wolter ließ nicht locker. Ich kenne tolle Mädels. In unserem Beruf kommt man rum. Wie gesagt, ich will nicht tauschen. Ja. So schlecht scheint es auch in der Mordkommission nicht zu sein. Er zeigte auf die Glastür, immer noch mit den Aschinger-Tüten in der Hand. Kannst du mir sagen, wer das gerade war? Noch nie gesehen? Wolter nahm ihm die drei Tüten ab. Charlotte Ritter, stenotypistin bei den Mördern. Und nun komm, das Essen wird kalt. Nicht schon wieder. Sie schickten ihn hoch aufs Dach. Die Stimme von Lanke. Rat, übernehmen Sie das, Sie kennen sich doch aus mit sowas und fackeln Sie nicht lange. Hinter Kriminalrat Lanke stand Kriminaldirektor Engelbert Rat, schweigend, dahinter ein Heer von Uniformierten. Der Blick über dem weißen Schnurrbart des Kriminaldirektors war eisig, prüfend, vorwurfsvoll. Er kannte diesen Blick, ein Blick, den sein Vater schon aufgesetzt hatte, als der kleine Gerion das erste Mal schlechte Schulnoten mit nach Hause gebracht hatte. Lankes, rotes Gesicht dagegen war eine einzige sadistisch grinsende Fratze. Na los, Rat, machen Sie schon. Wie viele Unschuldige sollen noch sterben, nur weil Sie Ihren Arsch nicht hochkriegen? Wenn Sie denken, Sie müssten sich hier nicht schmutzig machen, dann haben Sie sich geschnitten blickte zu dem Dach hoch, das immer steiler wurde und förmlich zu wachsen schien, wie sollte er da jemals hinaufkommen? Als er sich wieder umschaute, waren sämtliche Einsatzkräfte verschwunden, stattdessen standen da Frauen mit Kindern. Und dann fielen die Schüsse. Reihenweise kippten die Frauen um, kaum war eine Reihe umgemäht, trat die nächste nach vorn, wortlos, wie Schafe, die zur Schlachtbank trotteten. Die Frauen starben stumm, die Kinder schrien, Immer mehr Kinder. Je mehr Frauen starben, desto mehr Kinder fielen in das Geschrei ein. »Nein!« Rat hetzte nach oben, seine Höhenangst vergessend. Plötzlich war das Haus von einem Baugerüst umgeben. Über Leitern mußte er weiterklettern. Und dann sah er den Schützen. Er hatte eine ganze Batterie von Gewehren dort liegen. Seelenruhig lud er sie nach, eins nach dem anderen. Als Rat die oberste Plattform erreicht hatte, drehte sich der Mann um. Er kannte das Gesicht. Der Schütze zog sein Hemd hoch und zeigte einen bleichen, mageren Brustkorb. Mitten darin klaffte ein Einschussloch. Der Blutstrom war längst versiegt, eine Wunde wie bei den Leichen in der Gerichtsmedizin, klinisch rein. Da, schau, sagte der Schütze vorwurfsvoll, fast weinerlich und zeigte auf das Loch in seiner Brust. Das sag' ich meinem Vater! Er griff eines der geladenen Gewehre. Rat zog seine Dienstwaffe. Runter mit dem Gewehr! rief er, doch der andere legte auf ihn an, langsam und konzentriert, als stünde er auf dem Schießstand. Runter mit dem Gewehr, ich schieße! Der andere ließ sich nicht beirren. Du kannst mich nicht erschießen, ich bin schon tot, sagte er und kniff ein Auge zu. Schon vergessen? Da brannten Rat alle Sicherungen durch, er konnte nicht anders, er mußte schießen. Eine ungeheure Aggression suchte sich ihren Weg und fand seine Schusshand. Immer wieder zog sein Zeigefinger den Abzug durch, doch die Mauser gab nur ein Klacken von sich. Klack, klack, klack machte es, während der andere Seelenruhig zielte und den Zeigefinger krümmte. Langsam wie in Zeitlupe zog er den Abzug zurück. Nein! sein eigener Schrei holte ihn aus dem Schlaf. Plötzlich saß er hellwach und aufrecht im Bett, kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn, sein Herz raste. Das Klacken ging auch jetzt noch weiter, es kam vom Fenster. Da, schon wieder, der Wecker auf dem Nachttisch zeigte halb zwei. Rat schellte sich aus dem Bett, warf seinen Hausmantel über und schaute hinaus, auf dem Gehweg war niemand zu sehen. Die Nürnberger Straße lag menschenleer, durch die Bäume rauschte der Wind. Auf dem Fensterbrett lagen drei, vier kleine Steinchen, also doch, jemand hatte versucht, ihn zu wecken. Er öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Rat hörte, wie sich die schwere Haustüre öffnete, dann ein kurzer, spitzer Schrei. Huch, was lungern Sie denn hier rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve? fragte eine Frauenstimme. Dann sah er, wie ein junges Mädchen, vielleicht Anfang 20, auf die Straße und in sein Blickfeld trat. Sie schaute im Gehen über die Schulter und entfernte sich eilig in Richtung Taxistand. Hatte Weinert also wieder Damenbesuch gehabt? Rat musste schmunzeln, wenn das Elisabeth Behnke wüsste. Die Zimmerwirtin achtete streng darauf, dass ihre Mieter zu später Stunde keine Damen empfingen, und der findige weinert hatte beinahe jeden Abend eine zu Gast, ohne dass die Behnke ihm bislang auf die Schliche gekommen wäre. Doch auf wen war Weihnachts aktuelle Errungenschaft da unten vor der Haustür gestoßen? Wer hatte sie so erschreckt? Noch während er überlegte, hörte er die schwere Haustür ins Schloss fallen. Kurz darauf zog jemand die Türglocke. Um diese Uhrzeit dröhnte sie so laut wie eine Kirchenglocke. Dann hörte Rat es gegen die Wohnungstür wummern. Wer das auch sein mochte, er sollte nicht so einen Lärm machen. Rat trat aus seinem Zimmer auf den großen Flur. Die Tür, die zu den Räumen seiner Zimmerwirtin führte, war geschlossen. Er hoffte inständig, die Behnke möge weiter den Schlaf der Gerechten schlafen, bis er das Problem hier gelöst hatte. Weinert ließ sich auch nicht blicken, wahrscheinlich das schlechte Gewissen. Da polterte es wieder gegen die Tür. Kardakov! rief eine fremde, dunkle Stimme, nur wenig gedämpft durch die geschlossene Tür. Alexei Ivanovich Kardakov! wer? Ja, Boris! Boris Karpenko! Wer auch immer das sein mochte, es reichte, der Lärm musste aufhören. Er riss die Wohnungstür auf und blickte in die verdutzten, blaugrünen Augen einer abgerissenen Gestalt. Wirres, dunkelblondes Haar hing dem Mann in Strähnen in die Stirn. Hageres Gesicht, unrasiertes Kinn. Eine Alkoholfahne wehte Rad um die Nase. Was soll der Radau? Fragte er den Mann, der ihn mit glasigen Augen anstarrte. Er bekam keine Antwort. Sie sollten besser nach Hause gehen und sich ins Bett legen, anstatt mitten in der Nacht an irgendwelche Türen zu klopfen. Der Mann sagte etwas in einer Sprache, die Rad nicht verstand. Russisch? Polnisch? Er konnte es nicht genau sagen, doch er war sicher, dass der Fremde ihm gerade eine Frage gestellt hatte. Was war los? Fand der Mann nicht mehr nach Hause? Wie bitte? fragte er. Sprechen Sie Deutsch? Der Fremde wiederholte seine Frage. Rat verstand nur, dass es um jemanden namens Alexei ging. Das war zwecklos, so kamen sie nicht weiter. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, sagte er. Gehen Sie nach Hause, gute Nacht. Kaum hatte er die Tür geschlossen, ging das Poltern wieder los. Jetzt reicht's aber, giftete Rat und riss die Tür wieder auf. Wenn Sie nicht augenblicklich verschwinden, bekommen Sie richtig Ärger. Der Mann stieß ihn beiseite und stürmte hinein. Eine Tür in dem geräumigen Flur stand offen, die von Rats Zimmer, und genau dort hinein torkelte der Betrunkene. Rat stürzte hinterher, der Fremde stand mitten im Raum und blickte sich suchend um. Was für ein Idiot. Womöglich glaubt er noch, er wohnt hier. Rat packte den Mann am Kragen. Er hatte gedacht, mit dem Betrunkenen leichtes Spiel zu haben. Deswegen überraschte ihn dessen plötzlicher Wutausbruch. Mit einem Schrei drehte sich der Fremde um und drängte ihn gegen die Wand. Ein starker Unterarm drückte gegen Rats Hals. Das Gesicht kam näher, so nah, dass der von Alkohol geprägte Mundgeruch kaum auszuhalten war. g'dir Alexei! Stoß ihm! reste der Mann hervor und ließ einen weiteren babylonischen Redeschwall folgen. Rat rammte dem Mann das Knie in den Unterleib, der Fremde klappte zusammen, hatte sich aber schnell wieder aufgerichtet. Ihr habt rief er und stürmte auf Rat los, doch der wich geschickt aus. Der Fremde polterte gegen den riesigen Kleiderschrank und schlug ein Brett aus dessen neugotisch gestalteter Seitenwand. Jetzt reichte es. Rat packte den Mann am Kragen, drehte ihm einen Arm auf den Rücken und zerrte ihn zurück auf den Flur. Die Wohnungstür stand noch offen, im Treppenhaus brannte kein Licht. Der Betrunkene brüllte unverständliches Zeug und versuchte sich nach Kräften aus dem harten Griff zu befreien, vergeblich. Rat stellte den Kerl in Position, ließ ihn los und gab ihm einen kräftigen Tritt. Der Mann stolperte hinaus ins Dunkle, man hörte ihn im Treppenhaus gegen die gegenüberliegende Wohnungstür prallen. Rat schlug die Tür zu, verriegelte sie und lehnte sich keuchend dagegen. Endlich, endlich war dieser Idiot draußen! Im Treppenhaus hörte er noch ein paar immer dumpfer klingende Rufe, dann schlug unten die Haustür zu und es war still. Ist er weg? Überrascht schaute Rat auf. Die Witwe Behnke hatte sich eine gehäkelte Stola über ihr dunkelblaues Nachthemd geworfen und stand in der Tür, die vom Flur ins Speisezimmer und dann weiter in ihre Privaträume führte. Die Zimmerwirtin war Ende dreißig und offensichtlich einsam, ihr Blick sprach Bände, und ihre Andeutungen ersetzten ganze Bibliotheken. Sie sah gar nicht mal schlecht aus mit ihrem jugendlich naiv wirkenden Gesicht und den blonden Locken, in denen die wenigen silbernen Haare kaum auffielen, doch er hatte ihren Avancen widerstanden. Etwas mit seiner Zimmerwirtin anfangen und dann noch mit einer, die ihm jeden Damenbesuch untersagt hatte? Nein, über so etwas dachte er nicht einmal nach. Das kam einfach nicht in Frage. Da konnte sie noch so unauffällige Verführungsversuche starten. Jetzt ließ sie ihn ein Stück ihres üppigen Dekolletés sehen, als sie sich aus der Tür lehnte und auf eine Antwort wartete. Er sagte nichts, er nickte nur. Er keuchte immer noch. Elisabeth Behnke schien die Atemnot ihres Mieters zu gefallen. Kommen Sie, Herr Rat, ich mach uns einen Tee, mit Rum, genau das Richtige auf den Schreck. Sie schüttelte ihren Kopf. Und ich dachte, das mit diesen Russen hört jetzt endlich auf. Die letzten Worte machten ihn neugierig. Er folgte ihr in die Küche. Das war einmal ein großbürgerliches Speisezimmer gewesen, doch seit Elisabeth Behnke untervermieten mußte, hatte sie aus der früheren Küche ein Badezimmer für ihre männlichen Mieter machen lassen und die Küchenzeile mit im Speisezimmer untergebracht. Meinen Sie damit, dass es in diesem Haus häufiger passiert, dass betrunkene Russen mitten in der Nacht in fremde Wohnungen eindringen und randalieren? fragte er, nachdem er sich an den großen Esstisch gesetzt hatte. Sie schaute ihn an. Schulterzucken. Jedenfalls hat Ihr Vormieter öfter mal für unruhige Nächte gesorgt, so viel kann ich Ihnen sagen. Da hat es in Ihrem Zimmer manchmal von Russen gewimmelt, und immer haben Sie bis tief in die Nacht gezecht und wurden dann laut. Sie zündete den Gasherd an und stellte einen Wasserkessel auf die Kochstelle. Manchmal könnte man glauben, es gibt mehr Russen als Deutsche in dieser Stadt. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt sowieso viel zu viele Menschen in dieser Stadt, sagte er. Kurz nach dem Krieg, da kamen sie, fuhr sie fort, alle, die die Bolschewisten aus dem Land getrieben haben. Damals konnten sie in den Straßen von Charlottenburg mehr russisch hören als deutsch. »Das kann man in manchen Bars am Town ziehen, auch heute noch.« »Das mag sein, aber solche Etablissements besuche ich nicht. Gott sei Dank. Sie Ärmste haben ja beruflich dauernd mit diesem Sündenpfuhl zu tun.« Sie hantierte geräuschvoll mit der Teekanne, als müsse sie gegen den Sündenpfuhl anklirren, und stellte zwei Tassen auf den Tisch. »Ach ja,« fuhr sie fort.« Dabei hatte Herr Kardakow einen solch gepflegten Eindruck gemacht, als er vor drei Jahren hier eingezogen ist. »Wer?« »Ihr Vormieter. Herr Kardakow war Schriftsteller, müssen Sie wissen.« Der Kessel begann zu pfeifen. Sie goss heißes Wasser in die Kanne. »Ein ruhiger Mieter,« dachte ich. Was für ein Irrtum. Immer wieder gab es diese nächtlichen Exzesse. »Und mir haben Sie Damenbesuch untersagt.« »Erlauben Sie...« ich spreche doch nicht von Damenbesuch. Herr Kardakov hatte immer nur Herren zu Gast. Die redeten und redeten und tranken und tranken. Man hätte meinen können, dass sie mit Reden und Trinken ihr Geld verdienen. Und mit was verdienten sie ihr Geld? Rat war neugierig geworden. Ach, fragen Sie mich nicht. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Seine Miete hat Herr Kardakov aber immer pünktlich bezahlt. Obwohl ich nicht weiß, ob er je ein Buch veröffentlicht hat. Jedenfalls hat er mir nie eins gezeigt. Sie klang fast ein wenig gekränkt. Rat konnte sich vorstellen, dass auch sein Vormieter sich gegen die Annäherungsversuche seiner Zimmerwirtin hatte zur Wehr setzen müssen. Ich nehme an, der Besuch von vorhin geht auch noch auf die Rechnung meines Vormieters? Davon können Sie ausgehen. Elisabeth Behnke schenkte sich und ihrem jüngsten Mieter Tee ein. Ich glaube, der Mann hieß Boris. Sagt Ihnen das was? Keine Ahnung, hier gingen so viele Russen ein und aus. Der liebe Boris hat den Kleiderschrank demoliert. Vielleicht kann sich Herr Kardakow freundlicherweise um die Reparatur kümmern. Oder mir am besten gleich einen neuen Schrank kaufen, dachte Rat. Das dunkle Monstrum in seinem Zimmer erinnerte eher an einen Beichtstuhl als an einen Schrank. Herr Kardakow! Sie holte eine halbvolle Flasche Rum aus dem Wandschrank und goss ein. Großzügig. Wenn ich den jemals wiedersehe. Hals über Kopf ist er letzten Monat ausgezogen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl er mir noch eine Monatsmiete schuldet und der ganze Keller vollsteht mit seinem Gerümpel. Mehrfach habe ich ihm schon an seine neue Adresse geschrieben. Meinen Sie, er hätte geantwortet? Wie heißt er eigentlich mit Vornamen? Sie schaute ihn an und ihre Augen leuchteten hoffnungsfroh auf. Meinen Sie, Sie können da was machen? Alexei heißt er. Alexei Iwanowitsch Kardakow. Rat nickte. Das war der Name, den Boris genannt hatte. Vielleicht hat er ja mehr Respekt, wenn er etwas von der Polizei hört, meinte sie und reichte ihm seine Tasse. Trinken Sie. Das tut gut nach so einem Schreck. Obwohl Sie so etwas ja bestimmt gewohnt sind, als Polizist. Er wußte nicht genau, was sie damit sagen wollte. War er den Schrecken gewohnt oder den Alkohol? Wahrscheinlich meinte sie beides, dachte er, und trank. Puh, seine Vermieterin hatte mit Rum nicht gegeizt. Einen Moment argwöhnte er, sie wolle ihn betrunken machen, doch dann sah er, wie sie selbst ihre Tasse mit einem Zug hinunterkippte. Noch einen? Er trank seine Tasse aus und nickte. Irgendwie hatte er das Gefühl, eine kleine alkoholische Betäubung gebrauchen zu können. Weniger wegen des seltsamen Fremden als wegen des Traums, der ihm immer noch in den Knochen saß. Mit ein wenig Rum im Blut würde er ruhiger schlafen. Hm. Lassen Sie den Tee weg, sagte er und reichte ihr seine Tasse. Als er am nächsten Morgen erwachte, zeigte der Wecker viertel vor neun. rat setzte sich ruckartig auf und hielt sich den Kopf, indem es nach der unerwarteten Anstrengung heftig pochte. Was hatte er bloß getrunken und vor allem wie viel? Wenigstens lag er in seinem Bett. Nackt. Mit verklebten Augen schaute er sich um. Auf dem Plattenspieler drehte eine Platte sinnlose Pirouetten und ließ den Lautsprecher leise kratzen. Rat tastete nach dem Telefon auf dem Nachttisch und hätte sich fast in den Kabeln verheddert. Wolters Durchwahl konnte er im Schlaf runterbeten. Der Onkel nahm ab und Rat murmelte eine Entschuldigung in die Sprechmuschel. Am anderen Ende der Leitung hörte er ein Lachen. Du hörst dich nicht gerade gesund an, alter Junge. Wohl ein wenig über die Stränge geschlagen, hm? Seit einer Woche die erste Nacht, die ich nicht in der Hermannstraße verbringen musste. Sechs Nächte hatte Rat in der muffigen Neuköllner Wohnung verbracht und das Kommen und Gehen im Atelier König beobachtet, die Schicht, die sonst keiner übernehmen wollte. Stimmt, du hast ja einen freien Tag verdient. Wolter schlug ihm vor, die Überstunden abzufeiern, die er in der Observationswoche angehäuft hatte. Ausgeruht bist du mir lieber, sagte er. Bleib heute zu Hause. Rat hatte nichts dagegen. Er legte auf und wollte sich umdrehen und weiterschlafen, doch etwas Warmes, das er plötzlich unter der Bettdecke ertastete, ließ ihn aufschrecken. Ein Arm. Was war gestern passiert? Hatte er eine Frau mitgenommen? Er strengte seinen schmerzenden Kopf an, doch er konnte sich beim besten Willen nicht erinnern. Der Traum fiel ihm wieder ein und der fremde Russe, der ihm den Schrank zerdeppert hatte, und dann hatte er mit seiner Zimmerwirtin Tee getrunken und Rum und Brüderschaft? Oh nein! Rat zog die Bettdecke zurück, langsam mit dem Schlimmsten rechnend. Zu dem Arm gehörten blonde Locken, in denen ein leichter Silberglanz spielte. Kein Traum. Elisabeth Behnke lag in seinem Bett. Wie hatte das passieren können? Das letzte an, das er sich jetzt erinnern konnte, war der Moment, in dem sie ihm das Du angeboten hatte, nachdem sie die Rumflasche geleert hatten und bei Danziger Goldwasser angelangt waren. Sie hatten sich geküsst, das wusste er noch, wie es eben so Sitte war beim Brüderschaftrinken. Aber wie lange und wie und danach? Fragen, die er allesamt nicht beantworten konnte. Die einzige Antwort war seine Zimmerwirtin, die neben ihm im Bett lag und gerade ihren üppigen Körper in den Morgen reckte. Sie blinzelte kurz in den Tag, dann war auch sie hellwach. Sie zog sich die Decke über den Busen. Guten Morgen, sagte er und vermied es dabei sarkastisch zu klingen, so gut es eben ging. Guten Morgen. Ihre Antwort kam leise, fast schüchtern. Na wenigstens ist es auch ihr unangenehm, dachte er. Mein Gott! Ihr Blick war auf den Wecker gefallen, der neun Uhr anzeigte. So spät schon, ich hätte längst Frühstück machen sollen. Weihnacht wird sich bestimmt beschweren. Sie machte Anstalten, aufzustehen, dabei die Bettdecke als Kleidungsersatz nutzend, bis sie merkte, dass sie auf diese Weise Ratsmännlichkeit freilegte. So verharrte sie zwischen Aufstehen und Wiederhinsetzen, als es an die Zimmertür klopfte. Schnell war Elisabeth Behnke wieder im Bett ihres Mieters und komplett unter der Bettdecke verschwunden. »Um Gottes Willen, das ist Weihnacht«, hörte er ihr gedämpftes Flüstern. Langsam öffnete sich die Tür, obwohl Rat weder hereingerufen noch sonst ein Wort gesagt hatte, und tatsächlich steckte Berthold Weinert seinen neugierigen Kopf ins Zimmer. »Guten Morgen, Langschläfer«, sagte er und zwinkerte Rat wissend zu. Kannst du mir vielleicht ein paar Marklein? Die Benke hat sich heute Morgen noch nicht sehen lassen, sonst hätte ich die angepumpt. Scheint krank zu sein, hat noch nicht mal Frühstück gemacht. Aber ich muss jetzt in die Redaktion und äh, da kann ich nicht. Bedien dich. Rad deutete auf sein Jackett, das ordentlich über dem Herrendiener hing. Anders als sein Hausmantel, der mit dem Pyjama ein wirres Knäuel auf dem Boden bildete, auf halbem Weg zwischen Tür und Bett. Rat hoffte inständig, daß Weinert das nachtblaue Nachthemd der Zimmerwirtin nicht entdeckte, das auf der anderen Seite des Bettes lag. »Ist ein Mädchen weg?« fragte der Journalist, während er die Innentasche nach der Geldbörse durchsuchte und zwinkerte ihm noch einmal zu. Die Verschwörermiene ging Rat langsam auf die Nerven. »Lass dich bloß nicht erwischen, die Behnke passt auf wie ein Schießhund. Ich schick meine immer am Abend nach Hause, sicher ist sicher.« aber bei euch hat das ja bis tief in die Nacht gedauert und dann noch Musik hören, wo die Behnke doch tagsüber schon über deinen Neger gedudelt schimpft. Er blickte sich um, als könne Elisabeth Behnke jeden Augenblick durch die Tür kommen und fuhr dann im Flüsterton fort. Vor allem solltest du deinem Mädchen sagen, dass es beim nächsten Mal ein bisschen leiser ist. Die hat ja vielleicht gekichert. Und nicht nur das. Er fischte einen Zehn-Markschein aus der Geldbörse. Nicht, dass mir das nicht gefallen hätte, aber lass sowas bloß niemals die Behnke hören. Mit einem letzten Zwinkern verließ er das Zimmer. Die Behnke war rot geworden, wie Rat feststellte, als er die Decke vorzog. Mein Gott, hoffentlich hat dieses Klatschmaul keine Lunte gerochen, sagte sie. Hat sich nicht so angehört, meinte Rat. Haben Sie wirklich so viel gekichert letzte Nacht? Haben wir nicht Brüderschaft getrunken? sie klang fast ein wenig beleidigt. Ja, genau damit haben wir es wohl etwas übertrieben. Wir sind erwachsene Menschen, Herr Rat. Ich meine Gerion, sagte sie und klang wieder so energisch, wie er sie als Zimmerwirtin kannte. Mir ist es genauso recht wie dir, wenn die vergangene Nacht unser Geheimnis bleibt. Aber geschehen ist geschehen. Da müssen wir nicht plötzlich wieder so tun, als kennten wir uns nicht. Entschuldige, sagte er. Ihr Temperamentsausbruch gefiel ihm. Er merkte, wie es ihn erregte, und zog die Decke fester. Sie stand auf, inzwischen konnte sie offensichtlich damit leben, dass er sie nackt sah, sie tat nichts, um ihre Blöße zu verdecken, ihre üppigen Rundungen verstärkten seine Erregung, auch als sie schon unter dem Nachthemd verschwunden waren. Er drehte sich auf die andere Seite. Ich mach Frühstück, sagte sie und verließ das Zimmer, Gott sei Dank. Er lag noch eine Weile im Bett und dachte nach, Elisabeth Behnke war fast zehn Jahre älter als er. Ihr Mann war 1917 an der Aenne gefallen. Rat mußte an die Frauen in der Garnisonsstadt denken, damals im Sommer 1918, nach der Grundausbildung, als sie auf den Einsatzbefehl an die Front warteten, als sie fühlten, daß möglicherweise die letzten Tage ihres jungen Lebens angebrochen waren. Frisches Kanonenfutter, das an die Front geworfen werden sollte. Er erinnerte sich an den Rausch von damals, Lebenslust, die sich aus Todesfurcht speiste, schwitzende Körper, die sich in den Betten wälzten, beinahe verzweifelt. Die Frauen waren allesamt älter gewesen, zehn Jahre und mehr, und fast alle trugen Eheringe. Ihre Männer kämpften noch an der Front oder waren gefallen. Rat war gerade 18 geworden, als die Preußen ihn noch zogen. Der Stellungsbefehl war ihm vorgekommen wie ein Todesurteil. Er hatte an Anno denken müssen, er wusste ja nicht, dass es das letzte Kriegsjahr war, er konnte nur beten, dass der Wahnsinn bald endete. Seine Mutter hatte geweint, als ihr Jüngster in Uniform am Bahnhof stand und Abschied nahm, sie wollte nicht noch einen Sohn verlieren. Der Älteste war in den ersten Kriegstagen gefallen, Anno, der Unfehlbare, das ewige Vorbild, doch in einem wollte ihm sein kleiner Bruder nicht nacheifern, Gerion wollte den Krieg überleben. Mit diesem Willen und wenig Hoffnung war er in der Garnison angekommen. Das verzweifelte Warten, sie hatten sich gefühlt wie Häftlinge in der Todeszelle. Und dann war der Krieg mit einem Mal vorbei, bevor der Marschbefehl kam, bevor er auch nur einen einzigen Schuss auf den Feind hatte abgeben müssen. Die Nachricht von der Meuterei in Kiel hatte sich schnell zu ihnen herumgesprochen, Soldatenräte wurden gebildet. Als ihm klar wurde, dass ihn niemand als Deserteur festnehmen würde, hatte er die Uniform einfach ausgezogen und war nach Hause gefahren, zurück nach Köln. Andere Kameraden hatten das Kriegsspielen fortgesetzt und waren in Freikorps durch die Lande gezogen, hatten gegen Kommunisten gekämpft und gegen die Revolution. Der gefreite Gerion Rath aber hatte auf seinen Vater gehört und war Polizist geworden. Sie hatten ihm wieder eine Waffe gegeben und den Schreibtisch, an dem Anno Rath vor dem Krieg gesessen hatte. Er verscheuchte die Erinnerungen und blickte aus dem Fenster. Draußen schien die Sonne, es sah nach dem ersten Frühlingstag aus, der diesen Namen verdiente. Rat versuchte wieder klare Gedanken in seinen verkaterten Kopf zu bekommen. Mit einem Ruck stand er auf und ging ins Bad. Er brauchte dringend eine Dusche. Erst die frische Luft hatte seinen Kater restlos verscheuchen können. Atmete tief durch und kramte den Zettel hervor, den ihm die Behnke geschrieben hatte. Luisenufer. Die neue Adresse von Alexei Iwanowitsch Kardakow lag in Kreuzberg. Der Straßenname hatte den Wandel der Zeiten überdauert. Vor wenigen Jahren noch floss hier der luisenstädtische Kanal zwischen Urbanhafen und Spree. Nun spielten Kinder in der riesigen Sandfläche, die die Stadt über einem zugeschütteten Hafenbecken angelegt hatte. Ihr Lachen und Schreien erfüllte die klare Luft. Nach dem endlos langen Winter schien der Frühling endlich kommen zu wollen. Den Berliner Winter hatte Rat gehasst, seit er an einem viel zu kalten Märztag am Potsdamer Bahnhof aus dem Fernzug gestiegen war und ihn der Potsdamer Platz mit Schneegestöber und Verkehrschaos empfangen hatte. Die Kälte hatte sich bis in den April hinein in den Straßen festgesetzt. Nun nahm die Stadt freundlichere Züge an. Endlich! Den kurzen Fußmarsch vom Hochbahnhof Cottbusser Tor hatte Rat geradezu genossen. Sein Blick wanderte die Hausfassaden entlang, eine Kneipe, ein Friseursalon, eine Milchwirtschaft. Wegen der Hausnummer musste er noch einmal auf den Zettel schauen. Das Frühstück mit Elisabeth Behnke war weniger schlimm ausgefallen als befürchtet. Sie hatten sich nur über den randalierenden Russen unterhalten und alles, was danach passiert war, passiert sein konnte oder hätte passieren können, mit keiner Silbe mehr gestreift. Er hatte ihr versprochen, Kardakow zur Rede zu stellen. Wegen der noch ausstehenden letzten Monatsmiete, wegen des Gerümpels im Keller und wegen des kaputten Schranks, und weil er einen Grund suchte, auf die Straße zu gehen an seinem freien Tag. Das Haus direkt neben der Milchwirtschaft war das Richtige. Über die Hochbahn am Wassertorplatz ratterte ein Zug, als Rat in den Hauseingang trat. Er suchte die Briefkästen ab, auch die in den Hinterhäusern, doch er konnte den Namen Kardakow nirgends finden, nicht einmal einen, der auch nur annähernd russisch klang. Er schaute auf seinen Zettel, die Anschrift stimmte, die Hausnummer auch. Rat überprüfte die Briefkästen der beiden Nachbarhäuser, doch auch hier keinen Russe. Sollte der Mann untergetaucht sein, um seine Miete nicht bezahlen zu müssen? Vielleicht hatte er das Namensschild einfach noch nicht ausgetauscht. Rat ging zurück zum ersten Haus. Die Haustür öffnete sich, als er sie gerade erreicht hatte. Er schaute in ein ebenso überraschtes wie mißtrauisches Gesicht. »Suchen Sie irgendwen?« Der Mann war klein und schmächtig. Sein Hut wirkte auf dem hageren Gesicht viel zu groß. Ebenso der gewaltige Schnauzbart. An seinem Revers steckte ein kleiner Stahlhelm. »Kann man wohl sagen.« Rat zückte den Zettel und las vor. Alexei Ivanovich Kardakov. Nie hört. Soll er hier wohnen? Er hat zumindest diese Adresse hinterlassen. Das muss bei einem Russen ja nichts heißen. Aber Sie wohnen in diesem Haus? Das muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Äh, vielleicht doch. Kriminalpolizei. Rat wedelte mit seinem Dienstausweis. Er hatte beschlossen, auch an seinem freien Tag die Autorität des Amtes zu nutzen. Schon gut, schon gut. Der Mann hob beschwichtigend die Hände. Was wollen Sie denn wissen? Ist Ihnen in den vergangenen Wochen etwas aufgefallen? Ist jemand Neues hier eingezogen? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht unter einem anderen Namen. Nee, beim besten Willen nicht. Was soll er denn fressen haben? Reine Routinebefragung. Rat bedauerte es inzwischen, seine Dienstmarke gezeigt zu haben. Genau genommen war das illegal. Er musste diesen penetranten Zeitgenossen, der ihm offensichtlich nicht weiterhelfen konnte, loswerden, bevor der noch neugieriger wurde. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Keine Ursache, immer zu Diensten. Rat hatte sich bereits umgedreht, da rief ihm der Fremde hinterher. Ein Moment, Wachtmeister! Rat blieb stehen. Vielleicht sind Sie ja weh in dem Radau hier. Wegen des Radau's? Ja, mitten in der Nacht hat hier einer vor die Türen gebollert, wie so ein Bekloppter, dass kein Mensch nicht schlafen konnte. Und danach haben sich zwei gestritten. Aber in einer Lautstärke sah ich ihn. Ich dachte schon, die bringen sich gegenseitig um. Und? Na, das waren Russen. Hundertprozentig. Vielleicht war ja der dabei, den sie suchen. Aber wohnen tut er hier nicht, bestimmt nicht. Hier wohnen nur anständige Leute. Rat tippte an seinen Hut. Vielen Dank. Seltsam, dachte er, während er über die Skalitzer Straße zurück zum Kottbusser Tor ging, er schien nicht der Einzige zu sein, dessen Schlaf in der vergangenen Nacht von einem Russen gestört worden war. Der neue Monat fing gut an. Rat saß an seinem Schreibtisch, in der einen Hand eine Tasse Kaffee, in der anderen eine brennende Zigarette. Vor ihm lagen die Fotos. Wilhelm II war auf den Abzügen als einziger noch mit einem Fragezeichen markiert, ein kleines Geheimnis, das er mit Wolter teilte. Ansonsten hatten sie alle, die hier abgelichtet waren, identifiziert, auch die Darsteller, die ihnen bei der Razzia nicht ins Netz gegangen waren. Nachdem er den alten Fritz im Vernehmungsraum weichgekocht hatte, hatte Rat dem Onkel die Liste mit den Namen gestern auf den Tisch gelegt. Wolter hatte ein zufriedenes Gesicht gemacht, der erste Durchbruch in ihren Ermittlungen. Zum ersten Mal seit er in Berlin war fühlte Rath sich wieder halbwegs im Reinen mit sich und der Welt. Sein Blick wanderte aus dem Fenster über die Stadtbahngleise auf die dunkle Mauer des Gerichtsgebäudes. Ein Zug ratterte vorbei. Der freie Tag hatte ihm gut getan, auch wenn er ihn mit sinnlosen Nachforschungen verplempert hatte. Wenigstens hatte er Elisabeth Behnke aus dem Weg gehen können. Sie hatte ihm ein Essen zubereitet, als er ihr am Abend von seinen ergebnislosen Recherchen berichtet hatte und eine Flasche Wein geöffnet. Diesmal hatte er nicht zu viel getrunken und ihr einen guten Nachtkuss auf die Wange gedrückt, der alles offen ließ und nichts versprach. Und dann war er gestern morgen zum ersten Mal seit Wochen ausgeruht und frisch zum Dienst erschienen. Wolter hatte auf Ergebnisse gedrängt, weil die Zeit knapp wurde. »Wir müssen uns beeilen mit den Verhören«, hatte er ihnen eingeschärft. »Die I.A. braucht morgen jede Menge Platz im Zellentrakt. Am 1. Mai werden unsere Freunde nach Moabit verlegt. Bis dahin sollten wir endlich etwas Verwertbares aus ihnen herausbekommen haben.« Und das hatten sie geschafft. Die Abteilung I.A., die politische Polizei, leitete die Mai-Einsätze. Und die politischen rechneten offensichtlich mit vielen Verhaftungen die kommunisten wollten das demonstrationsverbot mit allen mitteln durchbrechen seit tagen schon hatte ihre presse agitiert und polizeipräsident sir giebel hatte mit einem aufruf geantwortet den fast alle berliner blätter abdruckten. "so soll nach dem willen der kommunisten in den straßen berlins blut fließen", hatte er geschrieben und das demonstrationsverbot diese woche noch einmal bekräftigt. Ich bin entschlossen, die Staatsautorität in Berlin mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln durchzusetzen. Welche Mittel das sein würden, war klar. In den Kasernen der Schutzpolizei herrschte Bürgerkriegsstimmung. Der Rotfrontkämpferbund hatte Waffen und viele befürchteten, dass er sie auch einsetzen würde. Ermittlungen der Inspektion E waren da weniger wichtig. Wenn Kommunisten die Zellen am Alex füllen sollten, dann mussten die Pornographen raus. Wolter war sogar gebeten worden, eventuelle weitere Verhaftungen nicht vor dem Wochenende vorzunehmen. Das trübte Raths Erfolgserlebnis ein wenig. Trotz des Durchbruchs konnten sie die Sache nicht weiter vorantreiben und waren gezwungen, Däumchen zu drehen. Egal, er hatte seinen Kollegen zeigen können, was er so drauf hatte. Kriminalkommissar Gerion Rath, der Bulle aus der Provinz. Bruno hatte gestaunt und Frischling Stefan Jänicke sowieso. Irgendwo gab es immer eine Schwachstelle, diese Erfahrung hatte Rat schon in Köln gemacht, irgendein Stein in der Mauer des Schweigens saß immer locker. Und wenn man den gefunden hatte, dann wackelte auch der Rest. In diesem Fall war der alte Fritz der wackelige Stein. Der alte Mann mit der Habichtnase hatte plötzlich gesungen, als Rat ihm gedroht hatte, seine Frau vorzuladen. Es war reiner Blöff gewesen. Rat wusste nicht, ob der alte Mann verheiratet war, er kannte nicht einmal seinen Namen. Der Einzige, dessen Identität sie in den vergangenen Tagen zweifelsfrei hatten feststellen können, war Johann König. Und er hatte seit seinen Protesten im Atelier keinen Ton mehr gesagt, genau wie die übrige Bande. Sie schienen sich in der grünen Minna abgesprochen zu haben, Jänicke hatte gepennt. Rat hatte einiges versucht, aber erst mit der Ehefrau-Drohung hatte er Friedrich den großen Klein gekriegt. Obwohl er keinen Ehering trug, hatte er dem Alten den ehrbaren Familienvater förmlich angesehen und einen Volltreffer gelandet. Der Mann war heulend zusammengebrochen. Und dann waren die Namen nur so aus ihm herausgesprudelt. Die Stenotypistin mußte nur noch mitschreiben. Es klopfte an der Tür. Rat riss die oberste Schublade auf und fegte die Fotos vom Schreibtisch. Niemand brauchte das zu sehen. Ihm war das Beweismaterial, das bei der Sitte zum Alltag gehörte, immer noch peinlich. Dabei gab es Kollegen in der Inspektion E, die sich einen Spaß daraus machten, ihre Fotosammlungen immer dann auf den Schreibtischen auszulegen, wenn ein weibliches Mitglied der Kriminalpolizei ihr Büro betrat. Ganz gleich, ob die Frauen rot wurden oder einen frechen Spruch losließen, das Gelächter der Männer war ihnen so oder so sicher. Eines der vielen Dinge, die Rat an der Sitte hasste. Herein! rief er. Die Tür öffnete sich. Falscher Alarm. Es war Wolter. Warum so förmlich? fragte Rat. Seit wann klopfst du an? Der Onkel grinste. Hast du Damenbesuch erwartet oder warum ist dein Schreibtisch so leer? er muss ja nicht jeder unser Beweismaterial sehen. Und Stenotypistinnen von der Inspektion A schon gar nicht, was? Wolter lachte. Na komm, nicht so sauertöpfisch. Heute hast du allen Grund zu singen und zu jubilieren. Warum? Weil der Kalender Mittwoch, den 1. Mai, anzeigt und du kein Schupo bist. Die machen heute die Drecksarbeit und kämpfen gegen die Kommunisten, während wir hier in der warmen Stube sitzen. Ach, ich weiß schon, warum ich nie zu den Blauen wollte. Freu dich nicht zu früh. Vielleicht muss die Kripo auch noch auf die Straße. Der gesamte Berliner Polizeiapparat befand sich seit 7 Uhr morgens in höchster Alarmbereitschaft. Alle Beamte waren im Dienst, Schutzpolizei wie Kriminalpolizei, gut 16.000 Mann. Selbst von den Lehrgängen hatte man Polizisten geholt. Die berittene Polizei hatte sämtliche Parkanlagen gesperrt, um Ansammlungen dort unmöglich zu machen. In den BVG-Betriebshöfen zeigte die Polizei Präsenz, um einen Streik zu verhindern, mit dem die Kommunisten die Stadt lahmlegen wollten und an allen bekannten Aufmarschplätzen in den Arbeitervierteln hatte die Schutzpolizei starke Kräfte zusammengezogen. »Die Roten machen die jedenfalls ernst,« meinte Wolter. »Auf dem Alex geht's schon los.« Hat Schultes vorhin in der Kantine erzählt. Sein Büro ist ein Logenplatz, beide Fenster gehen zum Platz raus. Sollen wir uns das Schauspiel ansehen?« Sie waren nicht die einzigen Beamten, die es ins Büro des Kollegen Schultes gezogen hatte, vor den beiden Fenstern war kaum noch ein Platz zu bekommen. Der Frischling war auch schon da. Zu Aschinger würde ich an eurer Stelle heute nicht gehen. Begrüßte Jänicke seine Kollegen und zeigte aus dem Fenster. Im Baustellenchaos auf dem Alexanderplatz hatte sich eine große Menschenmenge versammelt. Vor dem Warenhaus Tietz standen sie dicht gedrängt und das sicher nicht wegen der Sonderangebote. Mehrere Tausend Menschen. Eine Schalmeienkapelle in Marschordnung bog gerade von der Alexanderstraße auf den Platz, dahinter folgten die grauen Uniformen des Rotfrontkämpferbundes. Vereinzelt ragten Transparente aus der Menschenmenge, rat erkannte die drei Konterfeis, die auch die Fassade der KPD-Zentrale am nahegelegenen Bülowplatz schmückten. Lenin, Liebknecht, Luxemburg. Die Heiligen 3L Seit er in Berlin war, hatte er sich über die Dreistigkeit der Kommunisten geärgert wie sie ihre Parteizentrale mit den Porträts von Staatsfeinden und ihren Parolen schmückten, es lebe die Weltrevolution, so stand es in großen Lettern an der Fassade. Eine einzige Provokation. Und nun trugen die da unten solche Parolen sogar direkt vors Polizeipräsidium, nieder mit dem Demonstrationsverbot stand auf anderen Transparenten. Straße frei am 1. Mai. Auf ein riesiges rotes Tuch hatten sie geschrieben, es lebe die Sowjetunion, erkämpft euch Sowjetdeutschland. Links prangte ein Sowjetstern, rechts Hammer und Sichel, und dazwischen immer wieder rote Fahnen, die über den Köpfen der Demonstranten flatterten. Sogar auf eine der Dampframmen am Alex hatte ein U-Bahn-Bauarbeiter eine rote Fahne gepflanzt. Auch hier oben in den Büros der Burg hörte man die Menge skandieren, Nieder mit dem Demonstrationsverbot! Das Grau und Braun der Arbeitermützen war umzingelt vom Schwarz der Chakos und dem Blau der Uniformen. Aus der Königstraße kam gerade ein weiterer Lastwagen, von dem ein Trupp uniformierter absprang, die Kinnriemen festgezollt. Die Schupos auf dem Platz bildeten zusammen mit der Verstärkung eine Kette und zückten die Gummiknüppel, dann stürmte die blaue Reihe nach vorn. Die Sprechchöre kamen zuerst aus dem Takt und verstummten dann ganz, ein Raunen ging durch die Menge, Gummiknüppel sausten nieder. Die Demonstranten in der ersten Reihe duckten sich unter den Schlägen, einige stürzten, ein paar wurden von den Schupos herausgezerrt und in eine grüne Minna verfrachtet, darunter auch ein Mann mit einer roten Sturmfahne. Doch die Menge ließ sich nicht lange beeindrucken, ein kurzes Zurückweichen, dann drängte sie wieder vor. Ein transparent Holz schlug einem Schupo den Schako vom Kopf, erste Steine flogen, die Menge begann wieder zu rufen, Nieder mit dem Demonstrationsverbot! Haben wir da unten auch Feuerwehraufgaben übernommen? fragte Rat. An der Straßenbahnhaltestelle vor dem Uferkino hatten sich zwei Schupos an einem Hydranten zu schaffen gemacht und schlossen einen Feuerwehrschlauch an. Neue Taktik, erwiderte Wolter. Wasser statt Knüppel. Pass auf, gleich werden die Demonstranten nass gemacht. Er sollte recht behalten. Kaum hatten die beiden Beamten den Schlauch angeschlossen, hieß es Wassermarsch. Der Polizist am Strahlrohr hielt mitten in die Menge, die überrascht auseinanderstob. Einige wurden von der Kraft des Wasserstrahls umgestoßen und kugelten über den nassen Asphalt. Schöne Arbeit, Kommunisten begießen, meinte Wolter. Das wäre noch was für mich. Er erntete ein paar Lacher. Und für sowas setzt unser Polizeipräsident den ganzen Apparat in Alarmbereitschaft, sagte Schultes, ihr Gastgeber, und schüttelte verständnislos den Kopf. Das nenne ich Sozi-Hysterie. Heute Nachmittag sitzen die Herren Kommunisten wieder beim Muttern am Ofen und trocknen ihre nassen Sachen. Genug Revolution gespielt, alle hatten ihren Spaß und Berlin hat wieder Ruhe. Da bin ich mir nicht so sicher, meinte Wolter. Die Rotfrontkämpfer bekommen Waffen aus Moskau. Und sie werden an denen auch ausgebildet. Wenn die heute zuschlagen, dann ist das kein Revolutionsspiel mehr, dann ist das ernst. Hm. »Bislang haben wir die Roten immer noch klein gekriegt, oder?« meinte Schultes. Vor zehn Jahren wollten die auch schon Revolutionen machen, und was ist daraus geworden?« Nein, das sind Maulhelden. Wenn's ernst wird, kneifen die den Schwanz ein. »Wollen wir's hoffen«, meinte Wolter und machte ein besorgtes Gesicht. Solchem Gesindel darf man jedenfalls nicht widerstandslos die Straße überlassen. Mag sein, Kollege, erwiderte Schultes, aber die Völkischen mit ihren braunen Hemden sind auch nicht viel besser. Die können nur besser marschieren. Und schießen nicht auf Polizisten. Schultes fixierte den Onkel mit festem Blick. Recht und Ordnung sollten in jedem Fall aufrechterhalten bleiben, sagte er schließlich. Da haben Sie recht, Herr Kollege. Aber das ist Aufgabe der Schutzpolizei, nicht der Kriminalpolizei, meinte Rat. Ich jedenfalls bin froh, dass wir mit Politik nichts zu tun haben, sondern nur mit Verbrechen. Politiker, Verbrecher, wer sagt Ihnen, dass das nicht das gleiche ist? meinte Schultes. Alle lachten, Rat schaute nachdenklich aus dem Fenster. Vor zehn Jahren, nach dem Krieg, auch da war es drunter und drüber gegangen auf Deutschlands Straßen. Seitdem hatte er so etwas nicht mehr gesehen. Die Kollegen unten auf dem Platz gingen beherzt zur Sache, nicht nur mit Feuerwehrschläuchen. Er hätte in diesem Moment jedenfalls nicht in Zivil auf dem Alex stehen wollen. Das Auto hing am Haken des Bergungskrans wie ein zu groß geratener Fisch. Durch die Türritzen floss schmutzig braunes Wasser zurück in den Landwehrkanal. Der Scheinwerfer des Kranwagens ließ das helle Auto in der dunklen Nacht gespenstisch leuchten, die letzte U-Bahn rollte aus dem Bahnhof Möckernbrücke. Oberkommissar Wilhelm Böhm schälte sich missmutig aus dem großen schwarzen Mercedes, der gerade am Tempelhofer Ufer angehalten hatte, und setzte seine Melone auf. Ein paar schaulustige Nachtschwärmer zogen ihre Aufmerksamkeit von der Bergungsaktion ab und bestaunten den Wagen, aus dem nun auch noch eine elegant gekleidete schlanke Frau kletterte, einen Stenoblock in der Hand, gefolgt von einem jungen Mann. Das schwarze Mordauto war berühmt in Berlin. Der Mercedes war mit allem ausgestattet, was bei einer Mordermittlung am Tatort benötigt wurde. Nummerierte Markierungspfähle zur Spurensicherung, ein Fotoapparat, Scheinwerfer, Bandmaß und Zollstock, Kartenmaterial, Handschuhe, Pinzetten, ein mobiles Polizeilabor und alle möglichen Behältnisse zur Beweisaufnahme. Der Wagen transportierte sogar ein fahrbares Büro, einen Klapptisch mit mehreren Stühlen, die man am Tatort aufbauen konnte, samt Reiseschreibmaschine. Bei dem Wagen, der von dem Kran gerade behutsam auf den nassgetropften Asphalt der Möckernbrücke gesetzt wurde, handelte es sich um einen cremefarbenen Horch 350. Das Verdeck war offen. Am Steuer saß ein nasser, bleicher Mann. Oberkommissar Böhm stiefelte auf den Schupo los, der die Bergungsaktion dirigierte. Sagen Sie mal, schnauzte er den Blauen grußlos an, sind wir hier im Lunapark? Was haben die ganzen Leute am Tatort zu suchen? Sorgen Sie mal dafür, dass die Schaulustigen verschwinden. Und warum konnten Sie mit der Bergung nicht bis zum Eintreffen der Mordkommission warten? Haben Sie wenigstens die Taucher befragt, wo genau der Wagen im Kanal gelegen hat? Der Mordermittler ließ den Polizisten stehen, ohne eine Antwort abzuwarten, und trat zu dem Wagen, der noch vor wenigen Minuten auf dem Grund des Landwehrkanals gelegen hatte. Zwecklos, diesen Hornochsen in Uniform die Methoden moderner Polizeiarbeit nahezubringen. Diesen Preußen war es immer noch wichtiger, am Tatort erst einmal Ordnung zu schaffen, statt Spuren zu sichern. Böhm betrachtete den Mann am Steuer. Der hatte es hinter sich. Toter ging's nicht. Gräf, bellte Böhm durch die Nacht, machen Sie mal ein Foto, bevor der Doktor hier alles durcheinander bringt. Kriminalassistent Reinhold Gräf war schon dabei, den schweren Fotoapparat aus dem wohlsortierten Gepäckraum des Mordautos zu hieven. Inzwischen hatte sich auch der Schupo von dem Anpfiff erholt und trat zum Oberkommissar, zackig salutierend. Kämmerling, Oberwachtmeister, machte er Meldung und zeigte auf eine Lücke in der Uferbegrenzung direkt neben der Brücke. Da ist er durch. Er muss übers Tempelhofer Ufer gerast und dann vom Fahrdamm abgekommen sein. Böhm betrachtete die Leiche von oben bis unten und schüttelte den Kopf. Hm, wie soll er auch vernünftig fahren können mit solchen Händen? Fragt sich nur, ob er sich in dem Zustand freiwillig ans Steuer gesetzt hat. Der Schupo trat näher an den Wagen und zuckte merklich zusammen, als er die Hände des Toten erblickte. Die einzelnen Finger waren in dem Brei aus Fleisch, Haut und Knochen kaum noch zu unterscheiden. Manche Gelenke schienen nur noch von der Haut gehalten zu werden. Andere waren derart unnatürlich verdreht, daß allein der Anblick schmerzte. »Wie viele Leute haben Sie hier, Kämmerling?« fragte Böhm den Blauen. »Fünf,« sagte der Oberwachtmeister. »Wegen der kommunistischen Unruhen haben Sie mir die meisten Leute abgezogen.« Böhm nickte verständnisvoll. Auch er hatte zu wenig Leute. Seit zwei Tagen hielten die Mai-Unruhen nun an. Die Dinge waren der Polizei aus der Hand geglitten und schnell eskaliert. Es hatte Schießereien gegeben und Tote. Die kommunistischen Hochburgen rund um den Bülowplatz, im Wedding, in Neukölln, waren von der Schutzpolizei offiziell zu Unruhegebieten erklärt worden. Dort herrschte Belagerungszustand. In Berlin schien der Bürgerkrieg wieder loszugehen. Fünf. Nicht gerade üppig meinte er. Aber gut, vier verjagen mir endlich die Schaulustigen und riegeln den Tatort anständig ab. Einer hilft bei der Spurensicherung, bis der Erkennungsdienst eintrifft, wenn der heute überhaupt noch kommt. Ähm, Kämmerling schien nicht ganz zu verstehen. Spurensicherung? Ganz einfach. Fassen Sie nichts an, treten Sie in nichts rein und folgen Sie den Anweisungen der Mordkommission, sagte Böhm und wandte sich um. Ritter! rief er laut in die Dunkelheit. Die Stenotypistin trat ins Scheinwerferlicht des Kranwagens. Legen Sie Ihren Block beiseite, Charlie, sagte der Mordermittler. Das hat Zeit. Zeigen Sie dem Mann hier erstmal, wie man Spuren sichert. Kriminalassistent Gräf hatte den Fotoapparat inzwischen neben dem Horch aufgebaut. Für den Bruchteil einer Sekunde leuchtete es am Tatort taghell, als das Blitzlicht zündete. Es schien fast, als lächele der Tote für die Kamera. Sie spürte, wie der Schupo auf ihr Kleid starrte. Sie spürte es, obwohl sie voranging. Sie hatte sich das grüne Tanzkleid vor ein paar Tagen erst genäht und wusste, dass es ihre Figur betonte. Und einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer wirklich langen Beine sehen ließ, Sie trug es heute zum ersten Mal und vorhin auf dem Parkett des Mocha Efti hatte sie sich darin auch richtig wohlgefühlt. Da genoss sie es, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen. Es war bei einem ersten Rendezvous nie verkehrt. Jakob sollte nicht glauben, dass er sie sicher hatte. Dass ihr das Herz bis zum Halse schlug, wenn er sie anlächelte, hatte er hoffentlich nicht bemerkt. Nein, eigentlich war alles gut gelaufen bis der livrierte Diener die Tafel mit ihrem Namen hochhielt, Telefon für Fräulein Ritter. Jakob hatte komisch geschaut, als sie ihn auf dem Parkett zurückließ. Sie ahnte, dass der Anruf von der Mordkommission kam. Böhm war der Einzige, der wusste, dass sie im Mokka war, und natürlich Greta, doch die hätte sie an diesem Abend niemals gestört. Jakob stand an der Bar, als sie von der Telefonzelle zurückkehrte. Die Mitteilung, dass sie nun leider gehen müsse, hatte er wortlos hingenommen. Er hatte sie noch zur Garderobe begleitet und sogar hinunter auf die Friedrichstraße, wo sich zahlreiche Nachtschwärmer vor der Rolltreppe drängten, die zur neuesten Attraktion des Berliner Nachtlebens führte. Als dann in der Leipziger Straße das Mordauto hielt, in dem Böhm bereits saß und sie zur Eile antrieb, konnte sie nicht sagen, ob ihr wortkarges Gespräch gerade ein Abschied gewesen war oder ein Streit. Jakob hatte dem schwarzen Wagen nicht lange hinterhergeschaut, sondern war zurück zur Rolltreppe gegangen. Wieder ein Mann, der mit ihrem Beruf nicht klarkam? Sie fror ein wenig. Der kurze Mantel über dem Kleid war nicht wirklich warm. Anfang Mai konnten die Nächte in der Stadt noch sehr kalt sein. Sind Sie Kavalier? fragte sie den Schupo, als sie am Mordauto angekommen waren. Der Mann schien schwer von Begriff. Wieso? fragte er. Sind Sie's oder sind Sie's nicht? Äh, natürlich, äh. das trifft sich gut. Dann können Sie mir Ihren Mantel leihen. Er guckte sie an, als habe er sich verhört. Keine Angst, Sie müssen ihn nicht über eine Pfütze legen, nur zum Anziehen. Das gute Stück ist doch sowieso Eigentum der preußischen Polizei. Oder wollen Sie die Mordkommission nicht unterstützen? Sie musste die Ärmel des schweren blauen Mantels zweimal umkrempeln. Dann ging es. Halbwegs. Aber ihr wurde gleich wärmer. Dankeschön. Sie reichte dem uniformierten ein paar Stoffhandschuhe und drückte ihm ein paar blecherne Markierungsschilder in die Arme, dann stapften sie los. In dem Mantel fühlte sie sich nicht so beobachtet, als sie voran zum Ufer des Landwehrkanals ging. Der Wagen schien ungebremst durch den schmiedeeisernen Uferzaun gebrochen zu sein, die Stäbe waren nach unten gebogen, zum Teil aus ihren Verankerungen gerissen und im Wasser gelandet. Es sah aus, als habe eine riesige Faust dort hineingeschlagen. Auf ihre Anweisung hin stellte der Schupo das Schild mit der Nummer 1 an der Bruchstelle ab, Bremsspuren, die man hätte markieren können, konnte sie nirgends entdecken. Überhaupt war es schwer, den Weg nachzuvollziehen, den der Horch genommen hatte, an einem Uferbaum fehlte ein Stück Rinde, das freigelegte Holz glänzte feucht im Scheinwerferlicht, das von der Brücke kam. Hier war der Wagen vorbeigeschrappt, bevor er auf den Uferzaun traf, das hatte ihn nicht aufhalten können, höchstens die Fahrtrichtung geändert. Wäre das Auto frontal gegen den Baum gefahren, hätten sie es wohl nicht aus dem Kanal ziehen müssen, aber dem Mann am Steuer wäre es dabei kaum besser ergangen. Sein Gesicht hätte dann jedenfalls nicht mehr so schön ausgesehen. Sie betrachtete den Abstand zwischen Baum und Ufer, nur wenige Meter. Nach der Bresche im Zaun zu schließen musste das Auto fast im rechten Winkel auf die Uferbegrenzung getroffen sein. Doch woher war es gekommen, bevor es den Baum streifte? Sie schaute sich um, der Fall begann sie zu interessieren. Sie hatte Witterung aufgenommen. Nachdem sie dem Schupo noch ein paar Anweisungen gegeben hatte, was er markieren sollte, ging sie ein paar Schritte in die Möckernstraße hinein, die vom Kanal zur Yorkstraße führte. Nur die linke Seite war bebaut, rechts zog sich eine hohe Backsteinmauer den Gehweg entlang. Dahinter lag das Gelände des Anhalter Güterbahnhofs. Unter den Bäumen am Straßenrand parkten einige Autos, Sie ging nah an den Fahrzeugen vorbei. Das Licht der Straßenlaternen reichte kaum bis hierhin, sie musste ihre Augen anstrengen. Und doch fand sie es schließlich am Kotflügel eines pechschwarzen BMW. Heller Lackabrieb, abrieb, cremefarben. Nun war es mehr als Instinkt, nun war sie sich sicher. Sie rief den Schupo zu sich. Aus den Augenwinkeln hatte er beobachtet, wie Oberwachtmeister Kämmerling brav hinter Charlie hergedackelt war, einen ganzen Strauß Blechschilder im Arm. Schien ein Kavalier zu sein, der Mann hatte ihr sogar seinen Mantel übergeworfen. Tja, daran hatte er mal wieder nicht gedacht, obwohl es seine Schuld war, dass sie nun im Ballkleid durch die Kälte laufen musste. Oberkommissar Wilhelm Böhm war eben ein ungehobelter Klotz, da war nichts zu machen. Blödsinn dachte er und schaute zu dem Horch hinüber, der immer wieder im Blitzlicht aufleuchtete. Von wegen meine Schuld. Nein, es ist ganz allein seine Schuld. Die Schuld eines unbekannten Mannes, den man aus dem Landwehrkanal gefischt hat. Der ist es, der uns den Abend versaut hat. Er hörte Charlie rufen, und der frierende Oberwachtmeister setzte sich wieder in Bewegung. Dem Schupo fiel es sichtlich schwer, den Anweisungen einer Frau zu folgen. Hätte Kämmerling gewusst, dass Charlotte Ritter nicht einmal den Rang einer Kriminalbeamtin besaß, er hätte wahrscheinlich keinen Finger gerührt. Aus diesem Grunde hatte Böhm es ihm auch nicht verraten. Frauen in der Polizei hatten es so schon schwer genug. Er wusste, dass er sich auf Charlie verlassen konnte, und das war in dieser Nacht, wo er kaum Leute zusammenbekommen hatte, besonders wichtig. Dumm nur, dass ihm jetzt, wo sie da draußen Spuren sicherte, eine Stenotypistin fehlte. Böhm war es gar nicht mehr gewohnt, sich selbst Notizen zu machen. Den Block, den er in seinen dicken Pranken hielt, hatte er sich von Gräf leihen müssen. Der Oberkommissar hatte es sich auf der dicke polsterten Sitzbank des Mordautos bequem gemacht, dessen Formmann mit ein paar Handgriffen in ein kleines Büro verwandeln konnte, und verhörte die einzigen Zeugen, die sie hatten. Einen Mann und eine junge Frau, die am Tempelhofer Ufer in einem parkenden Auto gesessen hatten, als der Horch durch die Uferbegrenzung krachte. Nicht besonders ergiebig das Gespräch, das Pärchen schien sehr beschäftigt gewesen zu sein, beide hatten kaum etwas gesehen, der Wagen musste ohne Licht aus dem Dunkel gekommen sein, erst ein lautes Krachen hatte sie aufgeschreckt. Fräulein Wegener hatte gerade noch mitbekommen, wie der Motor aufheulte und die Räder durchdrehten, bevor der Wagen mit einem lauten Klatschen auf die Wasseroberfläche prallte. Der Mann schien gar nichts gesehen zu haben, die beiden waren ausgestiegen und ans Ufer gelaufen, Sie konnten nichts mehr tun, nur ohnmächtig zuschauen, wie der Horch kurz auf dem Wasser schaukelte, dann nach vorne kippte und schnell unterging. Als sie merkten, dass hier jede Hilfe zu spät kam, hatten sie die Polizei verständigt. Haben Sie sonst noch etwas gesehen oder gehört? fragte Böhm. Bremsgeräusche etwa? Oder hat der Fahrer um Hilfe geschrien? Saßen noch andere Personen in dem Wagen, als er unterging? Alle Fragen verneinte Fräulein Wegener. Er war vollkommen weggetreten, wenn Sie mich fragen, hat überhaupt nicht reagiert, als der Wagen unterging. Vielleicht war er ja betrunken. Oder bereits tot, dachte Böhm. Er schaute auf den Notizblock. Viel hatte er nicht hineingeschrieben, und das wenige, was dort stand, konnte er schon jetzt kaum noch entziffern. Hm, sagte er und stand auf. Ich denke, das wär's fürs Erste. Ihre Personalien haben wir ja. Sie stiegen aus dem Mordauto. Böhm ließ die beiden stehen. Auf der Möckernbrücke hatte er eine Silhouette erblickt, die ihm bekannt vorkam. »Der Fortschritt der Menschheit ist unverkennbar«, hörte er den Mann auf der Brücke sagen. Jetzt fahren die Wasserleichen sogar schon Auto.« Wilhelm Böhm kannte Dr. Magnus Schwarz seit Jahren. Der Zynismus des Mediziners war berufsbedingt. Auch Kriminalkommissare neigten dazu. Wahrscheinlich hatte er deshalb so einen guten Draht zu dem Leichenbeschauer, der im Hauptberuf eine ordentliche Professur an der Universität bekleidete. Guten Abend, Herr Doktor. Hat man Sie aus der Oper geholt? Schwarz, der sich zu dem Toten hinter dem Steuer gebeugt hatte, drehte sich um. Er trug Abendgarderobe unter seinem Mantel. Ach, Böhm, hätte ich mir denken sollen, dass Sie dahinter stecken. Der Mediziner schüttelte ihm die Hand. Nein, in die Oper gehe ich nicht, ist mir zu laut. Empfang beim Dekan. Ziemlich langweilige Gespräche, wenn man bedenkt, welche Elite deutschen Geistes da zusammengekommen ist. Da können Sie ja froh sein, dass wir Sie da rausgeholt haben. Ja, verraten Sie das aber nicht meiner Frau. Und? fragte Böhm und zeigte auf die Leiche. Sie werden es kaum für möglich halten, lieber Böhm, aber dieser Mann ist tot. Ach tatsächlich. Böhm tat überrascht. Es geht auch nichts über die Auskunft eines Experten. Der Doktor knöpfte dem Toten den feinen Zweireier und das Hemd auf, dann schaute er ihm in den Mund. Hm. Todesursache noch unbekannt, meinte er nach einer Weile. Höchstwahrscheinlich war er aber schon tot, bevor er ins Wasser fiel. Wollen Sie weitere Schätzungen hören oder können Sie sich bis morgen Mittag gedulden? Dann weiß ich, ob er Wasser in den Lungen hat. Böhm sagte nichts. Mhm, hätte ich mir denken können, meinte der Doktor. Also, alles circa Werte und alles ohne Gewehr, bis Sie morgen das amtliche Ergebnis haben. Männliche Leiche, Größe über 1,70, rund 65 Kilo, Alter etwa Mitte 30, äh, schlechte Zähne, Todesursache noch un... Schlechte Zähne? Ja, die hat er definitiv, das ist keine Schätzung. Dann hatte er wohl Angst vorm Zahnarzt. Das glaube ich nicht. Bei einem Zahnarzt war er, wenn ich mir diese verschlimmbesserte Ruinenlandschaft in seinem Mund so anschaue, aber bei einem schlechten. Sieht er so aus, als hätte er sich keine anständige Zahnbehandlung leisten können. Fährt aber ein neues Auto und trägt einen feinen Abendanzug. Der ist ja fast schicker als Sie, Doktor. Vielleicht hat er sein Geld lieber für Autos und Garderobe ausgegeben, als für den Zahnarzt. Sie wissen ja, Kleider machen Leute, meinte Doktor Schwarz. Und Autos erst. Feiner Wagen, so ein Horch. Kollege Karthaus fährt so einen. Nicht, dass ich neidisch wäre. Was soll man mit so einer Kiste, wenn sie nicht auf der Straße bleibt und im Kanal landet? Ich glaube, das hat weniger mit dem Wagen zu tun als mit der Fahrtüchtigkeit des Fahrers. Böhm zeigte auf die entstellten Hände des Toten. Kann man an sowas sterben, Doktor? Man kann an fast allem sterben, mein lieber Böhm. Schwarz rückte seine Brille mit dem Zeigefinger zurecht und inspizierte den Brei aus Hautfetzen, Fleisch und Knochen genauer. Hm, Sauerei, sagte er schließlich. Das muss ihm sehr wehgetan haben, aber höchstwahrscheinlich hat er es überlebt. Seltsam, murmelte Böhm vor sich hin. Mein lieber Böhm, Sie glauben gar nicht, was man alles überleben kann. Nein, ich meine sein Gesicht. Böhm wirkte wie aus einem Traum gerissen. Sieht so ein Mann aus, der kurz vor seinem Tod große Schmerzen erleiden musste? Schwarz antwortete nicht und schaute den Toten an. Es stimmte. Die Leiche schien friedlich zu lächeln. Seit Viertel vor sechs waren sie unterwegs und holten die Leute aus den Betten. Alles wurde durchsucht, nicht nur die Wohnungen, auch Dachböden und Keller. Selbst in den Müllkästen stöberten die Beamten nach Waffen. Acht Bereitschaften waren allein im Unruhegebiet Neukölln eingesetzt. Und Beamte der Kriminalpolizei. Rat hätte nicht gedacht, so schnell wieder in die Hermannstraße zurückzukehren. Die Mai-Unruhen hielten auch am dritten Tag an. Immer wieder kam es zu Zusammenstößen zwischen Kommunisten und Schupos, immer wieder fielen Schüsse. Auf den Straßen im Wedding und in Neukölln herrschte Krieg. Aus dem Baumaterial in der Hermannstraße waren Barrikaden errichtet worden, in einigen Straßenzügen sämtliche Straßenlaternen durch Steinwürfe außer Betrieb gesetzt. Jugendbanden nutzten die Dunkelheit und plünderten Geschäfte. Vergangene Nacht hatten Randalierer sogar Steine gegen das 220. Polizeirevier in der Selchower Straße geworfen. Das Revier, in dem sie am Sonntag noch die Aktion König gestartet hatten, war zur Zielscheibe des Mobs geworden. Sogar Schüsse sollen gefallen sein, erzählten sich die Kollegen. Erst der Einsatz einer Bereitschaft mit einem Panzerwagen und zwei Lastern konnte dem Spuk ein Ende bereiten. Solche Vorfälle schürten die Angst vor einem kommunistischen Umsturzversuch und heizten die Stimmung in der Polizei zusätzlich auf. Jeder Beamte, der auf die Straße ging, zumal in einer Arbeitergegend, war nervös und hatte die Waffe locker sitzen. Für Rat grenzte der allgemeine Gemütszustand seiner Kollegen an Hysterie, als man dann auch ihn zusammen mit Wolter zum Einsatz nach Neukölln beorderte, hatte er sich bemüht, kühlen Kopf zu bewahren. Für die Durchkämmung der Unruhegebiete am Morgen des 3. Mai hatte Polizeipräsident Zörgiebel den Einsatz der Kriminalpolizei angeordnet. In aller Herrgottsfrühe hatten Bereitschaften der Schutzpolizei das Viertel beiderseits der Hermannstraße abgeriegelt, von der Bodinstraße bis zur Leikestraße. Ein riesiger Bezirk war zum Sperrgebiet geworden. Schupos bewachten die Zugangsstraßen, Schilder warnten, es werde scharf geschossen. Und dann hatten die Hausdurchsuchungen begonnen, Bereitschaftsbeamte sperrten die Hofeingänge ab, dann kämmten Trupps von Uniformierten den kompletten Block mit allen Hinterhäusern und Höfen durch, angeführt von je zwei Kriminalbeamten. Fast überall dieselben Reaktionen, fluchende Männer, schimpfende Frauen, schreiende Kinder, aber keine Waffen. Je weiter der Morgen voranschritt, desto mehr bekam Rat den Eindruck, die Leute wüssten Bescheid, langsam hatte sich im Sperrgebiet herumgesprochen, was hier geschah. Einen einzigen Trommelrevolver hatten sie in ihrem Einsatzgebiet bislang beschlagnahmt, nach fast sechs Stunden Wühlen in mindestens vier Dutzend Wohnungen. Und der Mann, dem sie die Waffe abgenommen hatten, war nicht mal ein Kommunist. Zwar hing in seiner Küche der gestickte Text der Internationale an der Wand, wie bei anderen Leuten ein frommer Bibelspruch, doch der Arbeiter war Sozi. Ein Sozialdemokrat wie der Polizeipräsident. Rat ging die Aktion zunehmend auf den Wecker, und wenn er Bruno so anschaute, hatte er den Eindruck, dass es dem nicht anders ging. Das hier brachte überhaupt nichts, eine Vergeudung von Kapazitäten. Dabei hatten sie heute Morgen noch grinsen müssen, als sie sahen, dass auch die Leikestraße auf ihrer Liste stand. Dort wohnte Franz Krajewski, der Kokser vom Karstadtgerüst, ihr neuer Informant. Und der Porno-Kaiser hatte tatsächlich die Tür geöffnet, als sie um kurz nach sieben bei ihm geklingelt hatten. Sie konnten es Krajewski ansehen, daß ihm das Herz bis in die grauen Unterhosen rutschte, als ein ganzer Haufen Uniformierter an ihm vorbei in seine Wohnung stiefelte. Mit großen Augen hatte er Rat und Wolter angestarrt, sie hatten ihn einen Moment zappeln lassen, dann hatte der Onkel den Mann förmlich gesiezt und den Standardspruch runtergeleiert, dass es sich bei dieser Polizeiaktion um eine Routine-Durchsuchung nach Waffen handle, die im ganzen Viertel durchgeführt werde. Daraufhin wirkte Krajewski etwas entspannter. Eine gewisse Nervosität jedoch blieb und Rat wusste auch warum, nachdem er aus der Zuckerdose in der Küche geistesgegenwärtig einen Beutel Kokain gefischt hatte, bevor die Schupos auf die Idee kamen, dort nach Revolvern und Granaten zu suchen. Da siehst du mal, wie froh du sein kannst, dass du uns vor ein paar Tagen getroffen hast, raunte er dem Mann zu, der heute keine große Ähnlichkeit mit Wilhelm II aufwies. Sonst hätten wir jetzt eine Knarre bei dir gefunden und müssten dich mitnehmen. Was soll denn der Zinnober überhaupt? fragte Krajewski. Du wohnst in der falschen Gegend, zu viele Kommunisten. Da sollte man aufpassen, was man in der Küche versteckt. Krajewski erbleichte. Dann wurde es Zeit für den Abschied. Die Schupos waren längst eine Etage höher, da blieb Rat noch einen Moment bei Krajewski stehen, dem der Schweiß auf der Stirn stand, und drückte ihm das Papiertütchen in die Hand. Wünsche gut zu frühstücken. Kurz nach zwölf, mittlerweile hatten sie sich drei Blocks weiter vorgearbeitet, Haus für Haus, Wohnung für Wohnung, und die Einsatzliste war noch lange nicht durch. Mir reicht's sagte Wolter leise zu Rat, als sie gerade wieder ein Haus verlassen hatten, wo sie in jeder Wohnung in böse Gesichter gesehen und den wütenden Protest der Mieter hatten ertragen müssen, ohne eine einzige Waffe zu finden. Drecksarbeit, meinte der Onkel und steckte sich eine Zigarette an, während die Schupos begannen, sich über die Müllbehälter im Hof herzumachen. Rat nickte. Hm, und finden tun wir auch nichts. Na, wunderst hm. du dich? Die Kämpfer sind doch ohnehin alle auf der Straße. Und ihre Waffen lagern die Tellmanns irgendwo in geheimen Verstecken. Da müsste die IA mal etwas mehr auf Zack sein. Waffenlager sollten wir ausräumen. Stattdessen durchsuchen wir Proletenwohnungen. Wolter machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die politische Polizei. Er nahm einen letzten Zug und warf die halb gerauchte Zigarette auf den Hof. Es ist doch keine Arbeit für die Kripo. Das hier können die Blauen eine Zeit lang auch alleine, sagte er und stiefelte zu den Mülltonnen hinüber, wo ein junger Polizist mit einem großen Schürhaken in Asche und Abfällen wühlte. Der Onkel gab ihm ein paar Anweisungen und drückte ihm die Adressenliste in die Hand, dann kehrte er zu Rat zurück. »Wir gehen jetzt erstmal in die Hermannstraße, liefern den Revolver ab und erstatten Zwischenbericht, meinte Wolter. Da gibt es auch einen Versorgungsposten für die Einsatzkräfte, gute alte Feldküche.« mir knurrt vielleicht der Magen. Im Haus Hermannstraße 207 hatte die Polizei in zwei beschlagnahmten Privatwohnungen in der ersten Etage einen Stützpunkt für den Großeinsatz eingerichtet. Rath und Wolter machten sich auf den Weg. Wer weiß, vielleicht erwischen wir unterwegs sogar einen Plünderer oder Barrikadenbauer, sagte Wolter, als sie aus der Toreinfahrt auf den Gehweg traten. Dann haben wir wenigstens etwas Sinnvolles getan heute. Außer den beiden Polizisten war kein Mensch auf der Straße. Sie sahen zwei, drei zerbrochene Schaufensterscheiben, aber keine Plünderer. Erst in der Hermannstraße trafen sie auf ein paar Leute. Keine, die man hätte festnehmen müssen. Sämtliche Gaslaternen waren mit Steinen kaputtgeworfen worden, ihr Glas knirschte auf dem Pflaster. An einigen Stellen waren die Holzstapel für den U-Bahn-Bau umgeworfen und über die Fahrbahn verteilt worden. Als Barrikaden konnte man das nicht gerade bezeichnen. Das waren höchstens kleine Verkehrshindernisse. Allerdings war kein einziges Auto unterwegs. Auch die elektrische fuhr heute nicht über die Hermannstraße. Die Schupo hatte das Unruhegebiet hermetisch abgeriegelt. Hier kam keiner rein und keiner raus, wenn die Polizei das nicht wollte. Und die BVG schickte ihre Busse und Bahnen derzeit sowieso nicht in die Kommunistenviertel, nachdem junge Randalierer mehrere Straßenbahnen gestoppt und die Waggons demoliert hatten. Rath und Wolter waren die Hermannstraße erst wenige Schritte hinuntergegangen, als Schüsse fielen. Schnell suchten sie Deckung in einem Hauseingang. Kommunistische Heckenschützen? Die waren doch den ganzen Morgen ruhig geblieben. Der Onkel zog seine Pistole, Rath tat es ihm gleich und entsicherte die Mauser. Den Zwischenfall auf dem Karstadtgerüst hatte er sich zu Herzen genommen. Vorsichtig steckte er seinen Kopf aus dem Hauseingang. Das waren keine Kommunisten, die da geschossen hatten. Ein Panzerwagen rollte die Hermannstraße hoch, sein Maschinengewehr ratterte in unregelmäßigen Abständen und spuckte Blei- und Feuergarben. Ach, diese Idioten. Rat zog den Kopf wieder zurück und drückte sich eng in den Hauseingang. Schöne Scheiße wie im Krieg, von den eigenen Leuten unter Feuer genommen. Das sind unsere, sagte er zu Wolter. Sie steckten ihre Waffen wieder ein. Mit einer Pistole im Hauseingang zu stehen war für Männer in Zivil gefährlich. Man konnte zu leicht verwechselt werden. Von der Straße hörten sie eine laute Stimme, eine Flüstertüte. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, rief die Stimme im Kasernenhofton. Räumen Sie die Straße, Fenster frei, es wird geschossen. Tatsächlich, dachte Rat. Es wird geschossen. Das kündigen die aber früh an. Er spähte noch einmal um die Ecke. Der Panzerwagen rollte weiter. Die wenigen Leute, die sich noch auf der Straße befanden, flüchteten rechts und links in die Hauseingänge. Hinter dem Panzerwagen fuhren zwei Lastwagen mit Bereitschaftspolizisten. Die Männer waren abgesprungen und machten ihre bereit. Rat konnte die Nervosität der jungen Männer spüren. Mit ängstlichen Blicken suchten sie die Fenster nach Heckenschützen ab, die Gewehre im Anschlag. Eine kurze Weile blieb es ruhig, das Maschinengewehr des Sonderwagens schwieg, dann ein knatternder Schuss aus einem Karabiner, eine Fensterscheibe klirrte auf das Pflaster. »Fenster frei!« rief es noch einmal aus dem Megafon, doch die Stimme ging unter im Knattern der Karabiner. Der erste Schuss hatte den Damm gebrochen. Ein Mann lief geduckt über den Gehweg, die Hände über dem Kopf, als könne ihn das vor den Kugeln und dem herabfallenden Glas schützen. Er kam zu ihnen in den Hauseingang, zog einen Schlüssel aus der Tasche und schloss die schwere Haustür auf. Na los, sagte er und hielt die Tür auf. Kommt rein, bevor die Bullen euch abknallen. Sie zögerten keinen Moment und stürzten ins Haus. Der Mann kümmerte sich nicht mehr um sie und lief die Treppe hoch. Rat schlug die Haustür zu und blickte ihm nach. So eine Scheiße. Die räumen die Straße, Sonderwageneinsatz. Warum sagt uns denn niemand Bescheid, dass so eine Aktion läuft? Keine Ahnung, entgegnete Wolter. Wahrscheinlich, weil das Ganze von Sozis geplant ist. Weitere Schüsse kamen von der Straße. Kugeln pfiffen ganz in der Nähe. Rat deutete mit dem Kopf nach hinten. Sie zogen sich weit nach hinten in das Treppenhaus zurück, hier waren sie sicherer vor verirrten Kugeln und Querschlägern, man konnte nie wissen. Plötzlich hörten sie einen Schrei. Nein! Kein Schmerzensschrei, kein Angstschrei, ein Schrei des Entsetzens. Die Polizisten schauten sich kurz an, dann hasteten sie die Treppe hoch. Die Tür zu einer Wohnung im ersten Stock stand offen, sie stürmten hinein kleinbürgerliche biederkeit und behaglichkeit empfing sie alles in diesen räumen stand sauber an seinem platz sie schauten sich suchend um keinen mensch zu sehen keine stimme mehr zu hören in der nachbarwohnung sang richard tauber mit kratzender grammophonstimme als gingen ihn die ereignisse draußen nichts an durch die offene balkontür drang der lärm der straße ab und zu hörte man ein rufen nur noch vereinzelt fielen schüsse das räumkommando entfernte sich ein leiser Wind bauschte den langen Vorhang auf und ließ ihn ins Zimmer hineinwehen. Zwei Frauen lagen auf dem Balkon, friedlich, als würden sie schlafen. Doch sie schliefen nicht, Blut sickerte aus Wunden an Kopf und Brust. Der Schrei musste von dem Mann gekommen sein, der sich über die ältere der beiden beugte. Sie erkannten den Mann, der ihnen eben noch die Tür geöffnet hatte, er schrie nicht mehr, er weinte stumm. Den Kopf der Toten auf seinen Schoß gelegt, streichelte er ihr immer wieder durch das blutige Haar. Leise, kaum hörbar, fand er seine Sprache wieder. »Mörder«, sagte er, immer nur dieses eine Wort. »Mörder«. Rat spürte, wie sich ein Kloß in seinem Hals festsetzte, der immer dicker wurde. Es drang kaum Tageslicht in das Ladenlokal, die Schaufenster waren von außen mit Brettern vernagelt. Der Mann hinter der Ladentheke sah eigentlich gar nicht aus wie ein Fleischermeister, viel zu dünn, bleiches Gesicht, eingefallene Wangen, nur die Blutspritzer auf dem weißen Kittel zeugten von seinem Beruf. Und seine Begrüßung. Sie wünschen? fragte er. Polizei, sagte Rat und zeigte seinen Ausweis. Eine Viertelstunde war er nun unterwegs. Niemand in der Hermannstraße schien ein Telefon zu besitzen und der einzige öffentliche Fernsprecher, den er gefunden hatte, funktionierte nicht. Erst in der Fleischerei Wilhelm Prokott war er fündig geworden. An der Ladentür hing ein Schild mit einem Telefonsymbol. Telefonieren stand darunter 20 Pfennige pro Gespräch. Doppelt so teuer wie ein öffentlicher Fernsprecher, aber immerhin hatte er überhaupt einen Apparat gefunden. »Und ich habe mich schon gewundert, dass jemand bei dem Geballere da draußen noch einkaufen geht«, brummte der Fleischer. »Wollen Sie den Laden mit Ihre Leute besetzen?« Rat schüttelte den Kopf. »Ich äh, müsste nur mal telefonieren.« »Hinten«, der Fleischer deutete mit dem Kopf auf eine Tür. »Ist aber nicht für umsonst.« »Keine Bange. Ist ein dienstliches Telefonat. Der Staat zahlt.« Rat folgte dem Mann nach hinten. An der Wand im Durchgang hing ein Telefon. Rat ließ sich mit der Hermannstraße 207 verbinden. Der Fleischer blieb neugierig in der Tür stehen. »Haben Sie nichts zu tun?« herrschte Rat den Mann an. »Nee,« sagte Porkott, » Ihre Kollegen verraulen mir ja die gesamte Kundschaft. Dann verzog er sich wieder in den Laden. Glücklicherweise war der Anschluss nicht besetzt, ein Hauptwachtmeister meldete sich und Rat ließ sich einen Offizier von der Einsatzleitung geben. In knappen Worten berichtete er von dem tödlichen Zwischenfall und erhielt ebenso knappe Instruktionen. Personalien feststellen, Spuren sichern, Zeugen vernehmen. Die Leichen ärztlich untersuchen und dann abtransportieren lassen. Abläufe, die ihm von seinen früheren Mordermittlungen längst vertraut waren, es ärgerte ihn, dass sie ihn hier wie einen Anfänger behandelten. Können Sie mir hier einen Arzt empfehlen? fragte er, als er dem Fleischer die zwei Groschen in die Hand drückte. Ach, was tut's denn weh? Rat konnte dem Berliner Humor nicht viel abgewinnen, er ignorierte die dumme Bemerkung. Also, sagte er nur, und gab sich keine Mühe zu verbergen, dass er ziemlich gereizt war. Sie haben Glück, sagte der Fleischer. Gleich oben im Haus ist ein Arzt. Die Praxis befand sich direkt über dem Fleischerladen. Dr. Peter Völker, praktischer Arzt, stand auf dem Schild neben der Praxistür. Das Wartezimmer war leer, die Sprechstundenhilfe am Empfang schaute überrascht, als er seine Blechmarke zeigte. Ein Notfall, sagte er kurz, ich brauche einen Arzt. Die Frau führte ihn ins Sprechzimmer. Dr. Völker saß an seinem Schreibtisch und füllte gerade irgendwelche Formulare aus, der Arzt war noch hagerer als der Fleischer und machte einen strengen, asketischen Eindruck. Als Rat ihm kurz die Situation schilderte, hörte er interessiert zu. Völkern nahm Mantel und Hut und griff einen Arztkoffer, der neben dem Schreibtisch stand. Die Sprechstundenhilfe schickte er nach Hause. »Wir schließen, es kommt sowieso niemand heute«, sagte er. Es traut sich ja kein Mensch mehr auf die Straße, wenn die Polizei da draußen ihre Schießübungen abhält. Dieser Satz hätte Rat stutzig machen sollen, doch er dachte sich nichts dabei. Die Wahrheit über Dr. Völker erfuhr er erst, als sie wieder in der Wohnung standen, wo der Onkel zurückgeblieben war, um den trauernden Witwer zu beruhigen. Wolter hatte sich mit dem Mann, der sich inzwischen einigermaßen gefasst zu haben schien, an den Tisch im Wohnzimmer gesetzt. ⁇ Wen hast du denn da angeschleppt?' fragte Wolter, kaum hatte er den Arzt erblickt. Völker ignorierte den Oberkommissar genauso wie der ihn. Der Arzt grüßte den Witwer kurz und drückte ihm sein Beileid aus, dann war er auf dem Balkon verschwunden. Rat schaute verständnislos. Ihr kennt euch? fragte er. Wolter wartete, bis auch der Witwer auf den Balkon gegangen war, dann nahm er den Kollegen beiseite. Da hast du uns ja ein schönes Ei ins Nest gelegt, begann er. Schon nach den ersten Sätzen war Rat klar, dass das noch untertrieben war. Dr. Peter Völker war nicht nur Arzt und Dezernent am Gesundheitsamt Neukölln, er hatte zudem Sitz und Stimme im Bezirksrat als Mitglied der Kommunistischen Partei. In Polizeikreisen war der Mann berüchtigt. Verschrien als Querulant, der mit Vorliebe Untersuchungen einforderte und mit Klagen drohte, wenn Polizisten und Kommunisten mal wieder irgendwo aneinander geraten waren, natürlich mit Klagen gegen Polizeibeamte. So eine Scheiße, kommentierte Rat die kurze Schilderung der Person Dr. Peter Völker. Präzise formuliert, meinte Wolter, Aber nun nicht mehr zu ändern. Mach dir nichts draus. Er klopfte dem Kollegen auf die Schulter. Komm, wir sollten den Kommunistendoktor nicht zu lange allein lassen. Wer weiß, was der uns alles in die Schuhe schieben will. Als sie auf den Balkon traten, lagen die beiden Frauen genauso da, wie sie sie gefunden hatten. Der Doktor hatte sie offensichtlich schon untersucht. Jetzt stand er an einer der hölzernen Sichtblenden, die den Balkon flankierten und fummelte am Holz herum. Der Witwer hatte sich wieder über die Leiche seiner Frau gebeugt. Äh, wenn Sie fertig sind, Doktor, dann sollten Sie die Totenscheine ausfüllen, meinte Wolter. Die Leichen sollten nicht länger als nötig hier liegen bleiben. Haben Sie den Tod festgestellt, dann verschwenden Sie keine Zeit und kehren Sie in Ihre Praxis zurück. Da warten doch bestimmt noch einige Proleten, denen Sie die Hühneraugen entfernen sollen. Immer langsam, mein lieber Kommissar, erwiderte Völker ungerührt. Ich bin gerade dabei, die Todesursache festzustellen. Er drehte sich um und präsentierte den beiden Polizisten ein großes, spitzes Projektil. »Hier«« Was soll das?« fragte Wolter. Rat merkte, dass der Kollege sich nur mit Mühe beherrschte. »Nur das sollten Sie doch kennen. Eine Polizeikugel, nicht die ersten Opfer, die Ihre Kollegen auf dem Gewissen haben.« Völkers Ton hatte etwas unerträglich Selbstgerechtes, wie Rat fand. Den Witwer hatten die letzten Worte aus seiner Lethargie gerissen, er horchte auf. Mein lieber Doktor! Wolter wurde laut, er wirkte wie ein Dampfkessel, bei dem sich die Sicherheitsventile öffneten und den Überdruck zu einem zivilisierten Zischen bändigten. Vielleicht kennen Sie die übliche Arbeitsteilung nicht, aber weder ist es Ihre Aufgabe, Spuren zu sichern, noch die irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, und schon gar keine voreiligen. Er riss dem Arzt das Projektil aus der Hand. Ob das eine Polizeikugel ist, muß sich erst noch herausstellen. Wir werden Mörder! Der Witwer war aufgestanden. Sein Gesicht war nicht mehr bleich, sondern rot und wutverzerrt. Mörder! rief er wieder und stürzte sich auf Wolter. Rat riß ihn zurück und nahm ihn in den Polizeigriff. Beruhigen Sie sich doch! sagte er. Der Mann zappelte zunächst noch, wurde aber ruhiger und fing schließlich an zu schluchzen. Rat klopfte ihm tröstend auf die Schulter. »Sehen Sie, was Sie angerichtet haben!« Jetzt brüllte Wolter wirklich, Völker zuckte unmerklich zusammen. »Ich? Ich habe diesen Mann nicht zum Witwer gemacht,« antwortete der Arzt. »Wollen Sie damit andeuten, dass ich, Bruno...« Rat befürchtete gleich auch noch, Wolter festhalten zu müssen. Der Onkel hielt mitten im Satz inne und drehte sich zu ihm um. Er sah aus, als wolle er dem Kommunistendoktor im nächsten Moment an die Gurgel gehen, hatte sich aber gleich darauf wieder halbwegs im Griff. Mein lieber Doktor, fuhr Wolter fort, als Wissenschaftler sollten Sie eigentlich unvoreingenommen an solch eine Aufgabe herangehen. Ich weiß nicht, ob Sie für diese Arbeit der richtige Mann sind. Er wandte sich an Rat. Ruf Dr. Schwarz von der Charité an. Der soll die beiden Leichen untersuchen. Der hat mehr Erfahrung auf diesem Gebiet. Rat ließ die beiden Streithähne allein. Wenig später stand er wieder im Laden von Wilhelm Prokott. Der Fleischermeister grinste breit, als er den Polizisten zum Telefon führte. »Und?« fragte er. »Konnte der Doktor ihnen helfen?« Keine Frage, daß Prokott genau wußte, welchen Gefallen er der Polizei mit Dr. Völker getan hatte. Rat hätte am liebsten mit der Faust mitten in das grinsende Gesicht geschlagen. Aber er beherrschte sich und ließ sich mit der Charité verbinden. Der schwarze Wagen fuhr so schnell, als sei den beiden Frauen hinten in den Zinksärgen noch zu helfen. Rat schaute zum Fahrer hinüber. Seit sie das Sperrgebiet verlassen hatten, drückte der Mann auf die Tube wie ein Fluchtwagenfahrer. Langsam, meinte Rat, zwei Leichen reichen doch wohl. Der Fahrer nuschelte eine unverständliche Antwort und ging ein wenig vom Gas eher widerwillig. Vorhin schon hatte er gemeckert, als er hörte, dass es ins Leichenschauhaus der Charité ging. Dr. Schwarz war unabkömmlich und ließ sich die beiden toten Frauen bringen. Wolter war in der Wohnung zurückgeblieben, Rat musste im Leichenwagen mitfahren. Zwischen ihm und dem Fahrer saß Dr. Völker auf der schlecht gepolsterten Bank. Der rote Doktor hatte darauf bestanden, mitzufahren, und Wolter hatte eingewilligt. So war der Onkel den lästigen Querulanten losgeworden, und Rat hatte ihn am Hals. Der Beifahrer hatte geschimpft, als er hörte, wer den Transport alles begleiten sollte. Es ist kein Mannschaftswagen, das ist ein Leichenwagen. Murrend hatte er seinen Platz geräumt und saß nun hinten zwischen den schaukelnden Zinksargen. Bei jeder Kurve hörten sie seine kaum unterdrückten Flüche. Der Fahrer schien seine Wut am Gaspedal auszulassen, auch Rad hatte sich ein paar mal festhalten müssen. Obwohl er die Augen geöffnet hatte, nahm er die Welt, die an den Autofenstern vorbeiflog, kaum wahr. Er sah den Verkehr auf dem Kottbusser Damm, er sah die freitägliche Geschäftigkeit in der Oranienstraße, doch das kam ihm vor wie ein Traum und nicht wie die Wirklichkeit. Seit sie endlich aus Neukölln raus waren, hatte die Stadt ihr Gesicht verändert, alles wirkte wieder normal. Und die Normalität gleichzeitig unwirklich. Kaum zu glauben, dass nur wenige Kilometer entfernt der Ausnahmezustand herrschte, dass geschossen wurde, dass Menschen starben. Das Bild der toten Frauen hatte sich in Ratskopf Kopf festgebrannt. Die jüngere war nur 26 Jahre alt geworden, die ältere 50. Ihre Ausweispapiere lagen so schwer in der Innentasche seines Mantels, als wären sie auf Blei gedruckt. Seit der Leichenwagen in der Hermannstraße losgefahren war, hatte Rat noch kein Wort mit Völker gewechselt. Er betrachtete den Arzt aus den Augenwinkeln, eine hagere Gestalt in einem zerknitterten grauen Mantel, der ein wenig zu groß wirkte. Graue Bartstoppeln schimmerten an seinem spitzen Kinn, die Augen blickten nur nach vorn auf die Straße, als gäbe es rechts und links neben ihm niemanden. Es war Rats Neugier, die das Schweigen endlich brach. Er mußte eine Frage stellen, die ihm die ganze Zeit schon auf den Lippen lag. Sie sind doch Arzt, fragte er so unvermittelt, daß Dr. Völker kurz zusammenzuckte. Warum sind Sie dann Kommunist geworden? Zum ersten Mal, seit sie Neukölln verlassen hatten, schaute Völker ihn an. Das passt wohl nicht in ihr Weltbild, was? Rat ärgerte sich über den selbstgerechten Ton, den der Arzt anschlug, und noch mehr ärgerte ihn, dass Völker in gewisser Weise recht hatte. Tatsächlich hatte es Rat immer schon gewundert, wenn Akademiker sich Kommunisten schimpften, er verstand nicht viel von Politik. Kommunisten, das waren für ihn die Auswüchse des Lumpenproletariats, das es in allen größeren Städten gab. Wer in diesem Milieu aufwuchs, hatte kaum eine Chance. Er wurde entweder Verbrecher oder Kommunist, oder beides. Verbrecher, Kommunist, für viele Polizisten war das ohnehin ein und dasselbe. Wollten nicht auch Kommunisten stehlen? Bürgern mit Gewalt ihren Besitz wegnehmen? Das Strafgesetzbuch nannte so etwas Raub, die Kommune nannte es Revolution. Einen armen Schlucker, der in so etwas seine letzte Hoffnung setzte, den konnte Rat noch halbwegs verstehen, umso weniger dagegen die Intellektuellen, die die Revolution predigten. Was wollten sie? Ihnen ging es doch gut. Sie waren es, die Raub zur Ideologie erhoben. Solange er nur massenhaft erfolgte, konnte man es Revolution nennen und wissenschaftlich begründen. Diese Ideologen widerten Rat besonders an, Wirrköpfe, die immer alles besser wussten, die glaubten, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Auch Völker ordnete er in diese Kategorie ein, den Eindruck eines Wirrkopfes machte der Arzt zwar nicht, umso mehr aber den eines Besserwissers. Waren Sie schon einmal in einem dieser verschimmelten Dreckslöcher, für die man den Arbeitern in dieser Stadt sogar noch Geld abknöpft? hakte Völker nach, als Rat schwieg. Wissen Sie, unter welchen Bedingungen manche Menschen hier leben, leben müssen? Rat ging darauf nicht ein. Er ärgerte sich, ohne Not ein Gespräch mit diesem intellektuellen Schlauberger angefangen zu haben. Natürlich kannte er die Mietskasernen in den Arbeitervierteln der Stadt, im Norden, im Osten, im Süden. Wahre Elendsquartiere, eine Schande, gar keine Frage. Aber was war damit bewiesen? Das war ein Grund, neue, helle Siedlungen für die Arbeiter zu bauen, was ja auch geschah, aber doch kein Grund, Kommunist zu werden. Er kannte die schlimmen Seiten des Fortschritts, die Kehrseite der Zivilisation, er kannte sie nur zu gut, er war Polizist. Aber er kannte auch die kommunistischen Agitatoren, die den Kampf gegen die Ausbeuter predigten und den Kampf gegen die Polizei meinten. Was sollte in einer Welt besser werden, in der solche Großmäuler das Sagen hatten? Er hatte keine Lust, diese Frage mit einem dieser Großmäuler zu diskutieren. Das gibt niemandem das Recht, gegen Gesetze zu verstoßen, sagte er nur. Er gehörte zur Polizei und die hatte für Recht und Ordnung zu sorgen. Und die Kommunisten? Heute erst hatten sie wieder einmal bewiesen, dass ihnen beides nichts galt. Gegen Gesetze verstoßen? Völkers Stimme wurde lauter. Rat befürchtete ihm wider Willen doch Diskussionsstoff geliefert zu haben. Der Fahrer des Leichenwagens schaute stur geradeaus. Rat merkte, dass der Mann wieder mehr aufs Gas drückte. Offensichtlich wollte er diese Fahrt so schnell wie möglich hinter sich bringen. Was sind das für Gesetze, fuhr der Arzt fort, die einem Menschen verbieten, auf die Straße zu gehen, seine Meinung zu vertreten und auf Polizisten zu schießen, ergänzte Rat. Völker schaute ihn böse an. Die beiden Frauen hinten im Wagen sind jedenfalls nicht von Kommunisten erschossen worden, sagte er. Das waren ihre feinen Kollegen. Wenn ihre Leute nicht dauernd Gewalt predigen würden, ging es auf den Straßen friedlicher zu. Dann hätte es in den letzten Tagen keine Zwischenfälle gegeben. Auch Rat war lauter geworden. Völker machte ihn wütend, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Und was ihn am meisten ärgerte, der Arzt hatte wahrscheinlich recht. Das Spitzgeschoss, das er aus dem Holz geklaubt und das Wolter ihm aus der Hand gerissen hatte, sah haargenau so aus wie die, die die preußische Schutzpolizei in ihren Karabinern verwendete. Rat kannte solche Geschosse, auch in Köln wurden sie benutzt. Er mußte an die Gerichtsverhandlung denken, die Beweismittel auf dem Richtertisch, ein Karabinergeschoss. Es hatte die Schulter des Amokschützen durchschlagen und hätte wahrscheinlich gereicht, ihn außer Gefecht zu setzen, aber getötet hatte es ihn nicht. Tödlich war erst ein anderes Projektil gewesen, eines, das genau ins Herz getroffen hatte, Kaliber 7,65. Das ballistische Gutachten hatte zweifelsfrei ergeben, dass es aus der Dienstwaffe des Kriminalkommissars Gerion Rath abgefeuert worden war. Die Verhandlung in Köln lag nicht einmal ein halbes Jahr zurück, und nun fuhr derselbe Gerion Rath in einem Leichenwagen durch Berlin und begleitete zwei tote Frauen ins Leichenschauhaus. Immer wieder wurde er in seinem Beruf mit dem Tod konfrontiert, damit musste er sich abfinden, ganz gleich, in welcher Inspektion er Dienst schob. Das hatte er gewusst, als er sich für die Arbeit bei der Polizei entschieden hatte. Seit dem Kölner Zwischenfall aber kam es ihm vor, als würde ihn jeder Tote, der ihm begegnete, anklagen und mit Vorwürfen überschütten auch die beiden frauen obwohl er für deren tod keinerlei verantwortung trug der kommunistenarzt sah das freilich anders rat gehörte zur polizei die polizei hatte die frauen erschossen die polizei war schuldig also war auch der kommissar schuldig rat schaute aus dem seitenfenster als sie die spree überquerten ohne die menschen auf der Weidendammerbrücke wahrzunehmen das schweigen zwischen ihm und völker war eisiger als zuvor es hatte keinen Sinn mit dem Mann zu reden, sie lebten in unterschiedlichen Welten. Der Fahrer hupte, als ein Passant die Friedrichstraße nicht schnell genug überquerte, der Mann schaute sich erschrocken um und blickte dem pietätlos rasenden Leichenwagen kopfschüttelnd nach. Am Oranienburger Tor bog der schwarze Wagen in die Hannoversche Straße ein, kurz darauf tauchte auf der rechten Straßenseite ein gelber Backsteinbau auf. Das Leichenschauhaus der Charité empfing sie preußisch kalt und nüchtern, unbeeindruckt, ein Stein gewordenes Schulterzucken. So viele Tote hatte das Gebäude kommen und gehen sehen, tragischere Fälle als zwei Frauen, die auf einem Balkon erschossen wurden. Der Fahrer kannte sich aus und nahm die Einfahrt mit Schwung. Hinten im Wagen polterten die Zinksärge. Sie hörten den Beifahrer wieder fluchen. Auf dem Marmortisch von Dr. Schwarz sahen die Toten erst richtig tot aus. Heute Morgen hatte Wilhelm Böhm noch gedacht, die Aufnahmen, die Gräf von der Leiche aus dem Landwehrkanal gemacht hatte, würden sogar als Passfotos durchgehen, vorausgesetzt man wählte den richtigen Bildausschnitt und ließ die zermatschten Hände weg. Der Tote schaute fast freundlich, nur die nassen, etwas wirr in die Stirn hängenden Haare störten den Gesamteindruck. Hier auf dem Tisch sah der tote Mann anders aus als gestern draußen am Kanal. Böhm warf einen Blick auf die Leiche, von der nur der Kopf über das weiße Baumwolltuch lugte, das Dr. Schwarz über sie gedeckt hatte, und dann wusste er warum. Jetzt war der Tote trocken. Mit der Identifizierung waren sie trotz Gräfs passtauglicher Fotos noch keinen Schritt vorangekommen. Der Tote hatte keinerlei Papiere bei sich gehabt in den taschen seines schicken schwarzen zweireiers fand sich nichts aber auch gar nichts das hatte böhm in all seinen dienstjahren noch nicht erlebt selbst opfer von raubmorden hatten zumindest ein taschentuch ein stück bonbonpapier oder sonst etwas dabei das einen kleinen anhaltspunkt gab doch der anzug des toten aus dem kanal war so unschuldig rein und leer als trage ihn eine schaufensterpuppe auch das Auto hatte ihnen nicht weitergeholfen. Der Horch war auf einen Dr. Bernward Römer zugelassen. Der war quicklebendig und hatte den Wagen vor eineinhalb Wochen im 113. Polizeirevier als gestohlen gemeldet. Wenigstens hatte Charlie entdeckt, dass der Wagen schon in der Möckernstraße an einem parkenden Auto entlang geschrammt war. Und er selbst hatte im Fußraum diese Metallstange gefunden, die er zunächst für ein defektes Autoteil gehalten hatte, ein Stück von der Lenkstange etwa, irgendetwas, das den Unfall hätte verursachen können. Doch an dem Wagen fehlte nichts. Abgesehen von den Beulen, die vom Aufprall auf die Uferbegrenzung stammten, war der Horch fast wie neu. Dabei lag die Lösung so nah. Die Stange war nichts anderes als der Hebel, mit dem irgendjemand das Gaspedal festgekeilt hatte. Damit auch ein toter Mann Auto fahren konnte. Gräf und Charlie waren noch dabei, die Herkunft der Metallstange zu klären. Heute Morgen hatten sie damit begonnen, im Karree zwischen Möckernstraße, Tempelhofer Ufer und Großbärenstraße nach weiteren Zeugen des Unfalls zu suchen. Viele Männer hatte Böhm auch heute dafür nicht bekommen. Die meisten Einsatzkräfte waren in Neukölln oder im Wedding und räumten in den Unruhegebieten auf. Mit den Mai-Unruhen hatte der Unfall am Landwehrkanal wohl nichts zu tun. Böhm nannte es immer noch Unfall, obwohl er sicher war, dass es keiner war. Der arme Kerl, der da auf dem Marmortisch lag, war ermordet worden. Zumindest aber hatte jemand seine Leiche beseitigen wollen, anstatt sie anständig zu beerdigen. Das konnte er schon sagen, ohne die Weisheit von Dr. Schwarz hinzuzuziehen. Vielleicht sollte er von Gräfs Tatortaufnahmen tatsächlich ein paar Porträtabzüge machen lassen und seine Leute damit noch einmal losschicken, dachte er gerade, als er die tiefe Stimme des Mediziners hörte, der forschen Schrittes in den stillen Raum stürzte. Ah, guten Tag, Böhm. Entschuldigen Sie die Verspätung. Aber wir bekommen dauernd neue Leichen angeliefert, in der Stadt scheint's gerade rund zu gehen. Er schüttelte Böhm die Hand. Keine Angst, sagte er, als er die besorgte Miene des Kommissars sah. Von euch ist keiner dabei, wohl alles Rote. Aber auch ein paar Frauen. Irgendwas scheint da aus dem Ruder zu laufen. Solche Geschichten laufen immer aus dem Ruder, meinte Böhm. Das war vor zehn Jahren nicht anders. Meistens sterben die Falschen, meistens aus Versehen. Dr. Schwarz zog sich ein paar Handschuhe über, trat an den Marmortisch und zog die Decke zurück. Unser Freund von gestern Nacht ist jedenfalls nicht aus Versehen gestorben, den hat man mit Absicht so schlimm zugerichtet. An seinen Hand- und Fußgelenken ist so gut wie nichts mehr heil, Knochenbrüche, Bänderrisse, Platzwunden, eine einzige Sauerei. Sieht so aus, als hätte jemand Hände und Füße auf einer harten Unterlage fixiert und dann mit einem schweren, stumpfen Gegenstand zugeschlagen. Ich schätze mit einem Hammer. Übel, übel. Böhm pfiff durch die Zähne. Und das hier? Der ganze Körper des Toten war mit blauschwarzen Flecken übersät. Vergleichsweise harmlos. Hämatome, die wahrscheinlich von Faustschlägen herrühren. Hier oben an der Brust, der Abdruck dürfte von einem Totschläger stammen. Und das hier war wahrscheinlich ein Tritt. Der Mann ist heftig zusammengeschlagen worden und offensichtlich von Leuten, die so etwas nicht zum ersten Mal machen. Also mehrere Täter? Schwarz nickte. Wahrscheinlich. Sein Gesicht haben sie verschont, wie es aussieht. Profis. Berufsverbrecher? Nicht nur die wissen berufsbedingt zuzuschlagen. Auch Boxer. Oder Polizisten, sagte Dr. Schwarz. Das war genau seine Art von Humor. Was wollen Sie mir also raten? fragte Böhm. Interne Ermittlungen oder eine Fahndung nach Max Schmeling? Spaß beiseite, aber das hier, das waren Sadisten, die haben keine... Schwarz brach den Satz ab, als sich plötzlich die große Schwingtür öffnete und zwei zugedeckte Leichen hereingerollt wurden. Noch mehr Mai-Leichen? fragte Schwarz einer der beiden weißgekittelten Männer, die die Bahren schoben, nickte. Aus Neukölln, im Wedding scheint es sich heute gesünder zu leben, die hatten ihren großen Tag schon. Es sind tote Menschen, über die sie hier reden, meine Herren. Die vorwurfsvolle Stimme kam von einem der beiden Männer, die hinter den Weißkitteln den Raum betreten hatten, einem streng wirkenden, hageren Mann in einem zerknitterten grauen Anzug. Sie sollten den Toten doch etwas mehr Respekt entgegenbringen. Vor allem, wenn es Proleten sind, nicht wahr, Kollege Völker? sagte Schwarz. Lange nicht gesehen. Was führt sie denn in unsere Gemächer? Polizeikugeln, sagte der Hagere knapp. Völker? Der berüchtigte Kommunistendoktor? Böhm verdrehte die Augen. Völkers großgewachsener Begleiter mischte sich ein. Diese beiden Frauen kamen bei Feuergefechten in der Hermannstraße ums Leben, sagte er. Wahrscheinlich sind sie von einer verirrten Kugel erwischt worden. Noch bevor der lange seine Dienstmarke zückte, wusste Böhm, dass er einen Kollegen vor sich hatte, obwohl der Mann für einen Polizeibeamten etwas zu elegant angezogen war. Aber so sprachen nur Bullen oder Finanzbeamte. Rat, Kommissar Gerion, Rat, Inspektion E, sagte der Polizist, wir haben vorhin telefoniert. Dr. Schwarz nickte ihm zu und kratzte sich am Kinn. "Stimmt", sagte er, "aber äh, das passt jetzt nicht. Ich habe hier mit Oberkommissar Böhm noch eine Besprechung." Böhm glaubte den langen Kommissar aus der Burg zu kennen, das musste der neue sein, von dem Lanke in der Kantine erzählt hatte, der Karrieregeile, der dem Polizeipräsidenten in den Arsch kroch. "Inspektion E?", raunzte er den Mann an. Was treibt euch Sittenbullen denn ins Leichenschauhaus? Tote fallen doch nicht in euer Ressort? Oder habt ihr die Leichen selbst produziert? Der Sittenkommissar sagte nichts, er trat näher. Ich hab sie was gefragt, Mann, brüllte Böhm. Sind sie taub? Kommissar Rath zuckte kurz zusammen und nahm Haltung an, hatte offenbar gedient, der gute alte Preußendrill. Hausdurchsuchung im Unruhegebiet Neukölln, sagte er war zufällig vor Ort, als es die beiden Frauen erwischte. Geh doch, meinte Böhm zufrieden, diesem eingebildeten Fatzke würde er Manieren beibringen. Und nun verziehen Sie sich mal mit Ihrer Fuhre. Sie haben doch gehört, das passt jetzt nicht. Ein echter Mord geht vor. Der Lange schien ihn überhaupt nicht zu hören, sondern trat noch näher an den Marmortisch und schaute die Leiche an, mit großen Augen, als habe er noch nie einen Toten gesehen, Dabei hatte er gerade zwei von der Sorte angeschleppt. »Was wollen Sie noch hier?« schnauzte Böhm den Mann an. »Habe ich Sie etwa gebeten, die Leiche zu identifizieren?« äh, »Natürlich nicht, Herr Oberkommissar.« Kommissar Rath stand wieder stramm. »Na, dann sehen Sie mal zu, dass Sie endlich Land gewinnen. Sie halten den Betrieb auf.« Richtig, mischte sich nun auch Dr. Schwarz ein. Der Gerichtsmediziner trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. Ich darf Sie bitten, den Obduktionstisch zu verlassen, wir müssen fortfahren, sagte er und deutete auf die Uhr an der Stirnseite des Saales. Ich habe noch viel zu tun heute. Er gab den Weißkitteln einen Wink. Bringen Sie die beiden Frauen in den Keller, ich kümmere mich mor... Halt! Völker unterbrach ihn. Die beiden Männer, die schon Anstalten gemacht hatten, die Baren wieder hinauszurollen, blieben stehen. Schwarz schaute seinen Kollegen unwillig an. Entschuldigen Sie, Kollege Schwarz, fuhr Völker etwas ruhiger fort. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber eigentlich bin ich hier nicht als Laufbursche, sondern um der Untersuchung der beiden Frauenleichen beizuwohnen. Schwarz hob eine Augenbraue. Wie Sie sehen, Herr Kollege, habe ich hier noch eine Leiche auf dem Tisch, sagte er. Für die hat der Staatsanwalt die Obduktion angeordnet, das geht vor. Völker ließ nicht locker. Es besteht der dringende Verdacht, dass diese Frauen durch den gezielten Schuss eines Polizeibeamten getötet wurden. Wenn Sie das jetzt auf die lange Bank schieben, könnte es so aussehen, als wollten Polizei und Staatsanwaltschaft etwas vertuschen? Wie das aussehen könnte, das überlasse ich Polizei und Staatsanwaltschaft. Ich bin Mediziner. Schwarz konnte die Verärgerung in seiner Stimme kaum unterdrücken. Sie ebenfalls, Kollege Völker, wenn ich Sie daran erinnern darf. Da sollten Sie sich mit dem Äußern irgendwelcher Verdächtigungen besser zurückhalten. Der Staatsanwalt wird ohnehin die Obduktion anordnen, meinte Völker. Alles zu seiner Zeit, entgegnete Schwarz. Zunächst einmal hat mich die Polizei lediglich um eine Untersuchung gebeten. Sie wissen doch selbst, dass ich nicht eigenmächtig eine Leiche öffnen darf. Er schaute Völker über den Rand seiner Brille hinweg an. Es wirkte fast mitleidig. Es geht nur um eine Untersuchung, Kollege Völker. Und wenn ich die heute überhaupt noch erledige, dann vielleicht Ihnen und der alten Zeiten zuliebe. Und wenn Sie dabei sein möchten, werden Sie sich noch etwas gedulden müssen. Völker schien die Ironie in Schwarzworten nicht bemerkt zu haben, oder er ignorierte sie bewusst. Jedenfalls gab er sich mit diesen Worten zufrieden und setzte sich auf eine Holzbank, die an der gekachelten Wand stand. Die beiden Weißkittel verschwanden, ohne Leichen. Böhm hatte sich ziemlich beherrschen müssen, um dem Kommunistenarzt nicht die Meinung zu geigen, störte hier nur den Betrieb der Mann, genauso der Sittenbulle, der ihn angeschleppt hatte. Als Dr. Schwarz das Laken zurückwarf, starrte die Nervensäge auf die zermatschten Hände des Toten. Der lange hatte sich noch keinen Millimeter von dem Marmortisch wegbewegt. Übel, sagte er. Sieht ja fast so aus, als wäre er gefoltert worden. Böhm platzte der Kragen. Jetzt reichte es. Musste der immer noch seinen Senf dazugeben? Mein lieber Freund, Sie arbeiten bei der Sitte, herrschte er den Schlauberger an. Glauben Sie nur, weil dieser Mann hier nackt ist, ist das Ihr Fall? Wenn Sie nicht wollen, dass gleich tatsächlich jemand gefoltert wird, dann lassen Sie uns hier unsere Arbeit machen. Haben Sie mich verstanden? Natürlich, Herr Oberkommissar. Der Lange nahm Haltung an und machte Kehrt. Wurde auch Zeit. Gut. Böhms Zorn war fast verraucht, als er sich wieder Dr. Schwarz zuwandte. Der Sittenkommissar hatte sich neben den roten Doktor auf eine Bank gesetzt, die beiden Nervensägen schwiegen sich an. So, <Klacht> Doktor, meinte Böhm und räusperte sich. Lassen Sie uns weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, die Verwundungen, meinte Schwarz, die wurden ihm wohl von Profis zugefügt und eindeutig vor seinem Tod, wie die Blutungen zeigen. Wann ist er gestorben? Und wie? Der genaue Todeszeitpunkt ist nicht festzustellen. Ich würde sagen, der Mann ist höchstens zwei bis drei Tage tot. Genauer kann ich's vorerst leider nicht sagen. Also war er in jedem Fall bereits tot, als er gestern in den Landwehrkanal plumpste. Das kann ich Ihnen hundertprozentig bestätigen. Schwarz nickte. Der Mann ist mit Sicherheit nicht ertrunken. Wir haben kein Wasser in seinen Lungen gefunden. Hm. Dass es keine Wasserleiche ist, habe ich mir gedacht, knurrte Böhm. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie mir das auch gestern Nacht schon bestätigt. Machen Sie es nicht so spannend, Doktor, heute ist mir schon genug Zeit gestohlen worden. Die Todesursache ist allerdings erstaunlich. Sie werden überrascht sein, wenn Sie es hören. An seinen Verletzungen ist der arme Kerl nämlich auch nicht gestorben. Na, dann überraschen Sie mich endlich mal, Doktor. Was haben Sie herausgefunden? Heroin sagte Dr. Schwarz nur. Heroin? Böhm war tatsächlich überrascht. Atemstillstand herbeigeführt durch eine Überdosis Diacetylmorphin, kurz Heroin. Das Hustenmittel? Schwarz nickte. Hustentabletten für Morphinisten wurde mal als Antiasthmatikum verabreicht, bis man merkte, dass es süchtig macht. Ein äußerst starkes Opiat auf dem legalen Arzneimittelmarkt kaum noch zu haben, dafür aber auf dem illegalen. Und wenn Sie von dem Zeug zu viel nehmen, dann hören Sie auf zu atmen. Aber davon merken Sie dann schon nichts mehr. Die kühle Luft tat ihm gut. Rat blieb noch einen Moment vor dem Portal stehen und versuchte seine Gedanken zu sortieren. Er fühlte sich, als sei er aus einem düsteren Traum erwacht. Ein totes Gesicht, das ihn anstarrte. So etwas konnte auch nur ein Besuch im Leichenschauhaus bewirken. Bevor er die Stufen hinabging, zündete er sich erst einmal eine Zigarette an und inhalierte tief. Es gab keinerlei Zweifel. Er war es. Eindeutig. Da auf dem Marmortisch hatte der Russe gelegen. Der Mann, der ihn vor ein paar Nächten besucht hatte. Der Betrunkene, der seinen Kleiderschrank zertrümmert hatte. So schnell also konnte es gehen, so schnell konnte man zu einem Fall für die Mordkommission werden. Rat nahm noch einen tiefen Zug, klappte den Kragen hoch wie Scheuklappen und machte sich auf den Weg zum Oranienburger Tor. Warum hatte er nichts gesagt? Nun war es zu spät. Warum er diese Informationen zurückgehalten habe, würden sie ihn fragen und mindestens ein Disziplinarverfahren einleiten. Rat fühlte, wie die mühsam unterdrückte Wut zurückkehrte, dieses Oberarschloch. Wenn alle Kollegen in der Inspektion A solche Bulldoggen waren wie Oberkommissar Böhm, dann fragte er sich, ob es wirklich so erstrebenswert war, dort zu arbeiten. Einem solchen Idioten war er in der ganzen Burg noch nicht begegnet. Gegen den war ja selbst Lanke ein liebenswürdiger, verständnisvoller, väterlicher Vorgesetzter. Natürlich hatte er der Bulldogge nichts gesagt. Mehr ein Reflex als rationale Überlegung. Was für Informationen hätte er Böhm denn auch geben können? Er wusste doch so gut wie nichts über den Toten. Boris war einmal bei ihm in der Wohnung gewesen, wenige Tage vor seinem Tod, betrunken, schreiend und um sich schlagend. Das war's dann auch. Boris. Rat war sich nicht einmal bei dem Namen wirklich sicher. Er wusste nur, dass der Tote einen Landsmann suchte, der mal in der Nürnberger Straße gewohnt hatte, und dass er nun tot war. Heroin. Ein Drogensüchtiger und dann mit dem Auto in den Landwehrkanal? Ein seltsamer Fall. Und wie hatte sich der tote Russe die Verletzungen an Händen und Füßen zugezogen? Ein wirklich seltsamer Fall, dachte Rat, ein seltsamer Fall, der ihn nicht zu interessieren hatte. Am Oranienburger Tor ließ er die U-Bahn-Treppe links liegen, stattdessen zündete er sich noch eine Zigarette an und ging weiter zum Bahnhof Friedrichstraße. Die Menschenmenge auf der Weidendammer Brücke war größer geworden, seit der Leichenwagen hier vorübergefahren war. Die meisten hatten jetzt Feierabend, waren auf dem Weg nach Hause oder in die nächste Kneipe, dachten schon an das Abendessen, an die Familie, an die Frau, an ein Bier mit ein paar Freunden. Hier war die Stadt erschreckend normal. Wer von diesen Menschen konnte sich vorstellen, was in Neukölln und im Wedding los war? Ob in der Hermannstraße immer noch geschossen wurde? Die Ereignisse des heutigen Tages waren rad auf den Magen geschlagen und erst jetzt merkte er, dass er den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Auch hier gab es eine Aschinger Filiale, direkt hinter der Bahnunterführung in der Friedrichstraße. Rad beschloss, eine Kleinigkeit zu essen, bevor er nach Hause fuhr und ein Bier zu trinken, oder zwei. Das konnte er jetzt gebrauchen. Er schnippte seine Zigarettenkippe in die Spree und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Vor dem Bahnhof Friedrichstraße riefen die Zeitungsjungen die Schlagzeilen des Abends aus: Neue Barrikadenschlachten, weitere Tote bei kommunistischen Unruhen. Wird Rotfrontkämpferbund verboten? Seltsam. Elisabeth Behnke hob das zerbrochene Vorhängeschloss von dem feuchten Kellerboden auf und betrachtete es. Irgendjemand hatte den Bretterverschlag aufgebrochen. Das ist mein Schloss, erklärte sie, als sie seinen fragenden Blick bemerkte. Ich habe seinen Keller zugesperrt vor zwei, drei Wochen erst. Schließlich soll er seine Sachen hier nicht klammheimlich rausholen, ohne mir die letzte Miete bezahlt zu haben. Sie hielt ihm das billige, verbogene Messingschloss hin. Wer es wohl aufgebrochen hat? fragte sie und schaute ihn an, als wüsste ein Polizist auf solche Dinge immer eine Antwort. Rat zuckte mit den Schultern und trat an ihr vorbei in den Keller seines Vormieters. Modergeruch hing in der Luft. Der Verschlag war dunkel, von der schummrigen 40-Watt-Birne der Kellerlampe drang kaum Licht hinein, seine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Wann warst du denn das letzte Mal hier unten? fragte er. Elisabeth Behnke überlegte. Hm, letzte Woche vielleicht? Und da war das Schloss noch nicht aufgebrochen? Keine Ahnung, darauf habe ich nicht geachtet. Mein Keller ist doch da drüben. Sie zeigte auf ein paar wacklige Regale, in denen Einmachgläser vor sich hin staubten. Daneben stand eine große Kartoffelkiste. Hat Kardakow denn noch einen Hausschlüssel? Natürlich nicht. Dann war er wohl auch nicht hier und hat etwas herausgeholt. Sieht nicht so aus, als hätte hier überhaupt jemand was abgeholt sie hatte recht bis zur decke stapelte sich das gerümpel an der rückwand ein alter schrank daran lehnten einige gerahmte bilder an der seitenwand stand ein rostiges fahrrad vor allem aber standen da kisten kisten über kisten wie lange hat er hier gewohnt fragte rat sie zuckte mit den schultern Puh, vielleicht drei jahre drei jahre und dann so viel müll er schüttelte den kopf ich glaube, das muss einmal fachmännisch durchkämmt werden. Die richtige Aufgabe für einen Polizisten. Sie nickte. Ich gehe nach oben und koch uns einen Tee, sagte sie und ließ ihn allein. Er versuchte nicht daran zu denken, was solch eine Ankündigung bei ihr heißen konnte, und hob die erste Kiste vom Stapel. Es war seine Idee gewesen, in den Keller zu schauen. Seine Neugier auf Kardakov war enorm gewachsen. Seit dem unerwarteten Zusammentreffen mit dem toten Boris im Leichenschauhaus, der Anblick des zerschundenen Körpers ging ihm nicht aus dem Kopf. Das Leichenschauhaus. Vor wenigen Stunden noch hatte das schlechte Gewissen an ihm genagt wegen seines Schweigens. Dann hatte er in der Friedrichstraße bei Aschinger an der Theke gesessen und das Gewissen mit ein paar Bieren betäubt. Und sich alles noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen, versucht die Dinge möglichst sachlich zu sehen, so wie sie nun einmal geschehen waren und erkannt, dass es ein Wink des Schicksals war. Er wußte etwas mehr als die Mordkommission. Er wußte, dass der Tote in dieser Stadt jemanden gesucht hatte. Vielleicht war das seine Chance. Warum sollte er die nicht nutzen? Darauf kam es doch an, im Leben, die Chancen sehen und sie ergreifen. Er mußte an Brunos Worte denken. Gennards Truppe ist handverlesen. Um da reinzukommen, muß man einen echten Knüller landen. Nein, er würde Böhm nicht den Gefallen tun und dem Mordermittler sein spärliches Wissen über den Toten anvertrauen. Er würde keinen Verstoß gegen die Dienstvorschriften eingestehen. Im Gegenteil, er würde dem Polizeipräsidenten einen gelösten Fall auf den Tisch legen. Und dazu musste er erst einmal mehr über seinen mysteriösen Vormieter erfahren. Praktisch, wenn man mit der Suche im eigenen Keller anfangen konnte. Nach einer halben Stunde standen alle Kisten geöffnet vor dem Bretterverschlag. Die meisten hatten Bücher enthalten. Bücher über Bücher, fast alle auf Russisch. Nicht einmal die Titel konnte Rat entziffern. Mit kyrillischer Schrift kannte er sich nicht aus. Allein ein Bildband über St. Petersburg sagte ihm etwas oder Leningrad, wie man heute sagte. Er wunderte sich, dass ein Schriftsteller seine Bücher so lange im Stich lassen und im Keller einlagern konnte. Eine einzige Kiste war mit persönlichen Dingen gefüllt, ein paar Briefe, mit denen er nichts anfangen konnte, auch sie allesamt in Russisch, das einzige, was er halbwegs entziffern konnte, war das Datum. Ihm fiel auf, dass sie nicht in chronologischer Folge geordnet, sondern wild durcheinander gebündelt waren. Mitten im Briefstapel lagen Programmhefte des Delphi-Palastes in der Kantstraße. Die Künstlerin Lana Nikoros, die dort groß angekündigt wurde, zeigte auf dem Foto ein geheimnisvolles Lächeln. Verglichen damit konnte die Mona Lisa einpacken. Kardakov schien ein Anhänger der Sängerin zu sein. Er hatte die Programme mehrerer Monate gesammelt, Oktober 1928 bis März 1929. Einige Manuskriptseiten hatte Rath außerdem gefunden. Kardakov musste über eine Schreibmaschine mit kyrillischen Typen verfügen, aber die hatte er mitgenommen, im Keller jedenfalls war sie nicht. Unter den Manuskripten lag eine Mappe mit Fotos, Porträts eines jungen Mannes. Über einer großen Nase lagen dunkle Augen tief in ihren Höhlen, eingefallene Wangen und ein traurig verzogener Mund, elegant geschwungene Lippen. Dieses Gesicht hatte etwas Feminines. Rat vermutete, dass Alexei Iwanowitsch Kardakow höchst persönlich ihn da anblickte, der Mann wollte aussehen wie ein Dichter, und so sah er auch aus, schwermütiger Russenblick. Rat nahm die Fotos an sich, steckte auch eines der Delphi-Programmhefte ein, packte den restlichen Plunder wieder zurück in den Keller und stieg die Treppe hoch. Viel hatte er nicht gefunden, nichts, was ihn wirklich weiterbrachte, aber es war ein Anfang. Elisabeth Behnke schaute enttäuscht, als Rat nach einer Tasse Tee ohne Rum wieder aufstand und nach Hut und Mantel griff. Wir haben halb zehn, sagte sie. Wo willst du denn um diese Zeit noch hin? Es ist Freitag, sagte er. Ich gehe tanzen. Mit wem? Sie klang tatsächlich etwas eifersüchtig. Er zeigte ihr das Foto von Kardakov. Die Nacht war weit vorangeschritten. Düster ragte die Silhouette der Gedächtniskirche aus dem hell erleuchteten Häusermeer. Die monströse Kirche war das einzige Bauwerk in dieser Gegend, das nicht im Neonlicht ertrank, sie schien die Nachtschwärme allein durch ihre Anwesenheit ermahnen zu wollen. Dunkel, schweigende Steinberge inmitten all des nächtlichen Lärms. Rat ließ die Kirche rechts liegen und ging den Kurfürstendamm hoch, quetschte sich durch eine Gruppe laut lachender Touristen, denen ihr Alkoholpegel deutlich anzumerken war. Rat tippte auf die Gegend um Stuttgart, jedenfalls hörte er einen starken süddeutschen Akzent, als einer der Männer einer jungen Frau, die gerade vorüberging und schüchtern zur Seite blickte, ein unsittliches Angebot machte. Lerne erst mal Deutsch, wenn du willst, dass sich eh Inne entjungfert, gab die Frau zurück, die plötzlich gar nicht mehr schüchtern wirkte das schwäbische großmaul bekam rote ohren und schwieg pikiert seine begleiter lachten albern rat ärgerte sich aus irgendeinem grund schienen fast alle provinzler zu glauben in Berlin die Sau auslassen zu müssen in gewisser hinsicht war er froh daß bis auf seine eltern kein mensch aus köln wußte daß er nun hier lebte dann konnte ihn auch keiner besuchen. Er hätte einigen seiner Freunde, seiner früheren Freunde, mußte er wohl sagen, durchaus zugetraut sich ähnlich zu benehmen, wie er es gerade bei den weinseligen Schwaben erlebt hatte. Rat schaute auf die Uhr, Mitternacht durch, und er war noch kein Stück weiter gekommen. Er spürte den langen Tag in seinen Knochen. Die russenlokale in der Gegend hatte er ebenso systematisch wie erfolglos abgeklappert. Er hatte sich seine nächtliche Aktion einfacher vorgestellt, als er seine Befragung in der kleinen russischen Heimwehkneipe in der Nürnberger Straße begonnen hatte. Hier in diesem verräucherten Lokal mit den niedrigen Decken und der kyrillischen Speisekarte, wo er selbst einmal unter einem Zarenporträt gesessen und Soljanka gelöffelt hatte, hätte er fast darauf gewettet, jemanden zu finden, der den Russen auf dem Bild erkannte. Diese Wette hätte er verloren. Dabei war der Laden keine fünf Minuten von seiner Wohnung entfernt, von der Wohnung, in der Alexei Kardakov noch vor wenigen Wochen gewohnt hatte. Doch Rat erntete nur Kopfschütteln. Entweder hielten die Russen dicht, wenn jemand in ihre Welt einzudringen wagte, oder aber Kardakov hatte das Lokal tatsächlich niemals besucht. Rat tippte auf Ersteres, denn auch in den weltoffeneren Treffpunkten der Intellektuellen hatte er nur niert gehört, wenn er Kardakows Bild vorzeigte. Und er war sich sicher, daß ein Mann wie Alexei Kardakow in dieser Gegend unterwegs war, wenn er seiner Sehnsucht nach Schwermut, Alkohol und Landsleuten nachgab. Charlottenburg war immer noch das Zentrum der Russen in Berlin. Hier hatten sie ihre eigene Welt aufgebaut. Eine Welt mit russischen Buchläden, Friseuren und Kneipen. Eine Welt, in der man kein Wort Deutsch sprechen mußte, um sich zurechtzufinden. Charlottengrad nannten die Berliner dieses Paralleluniversum. Rat überquerte die Augsburger Straße und zählte sein Geld. Die Leuchtschrift der Kakadu-Bar spiegelte sich im nassen Pflaster. Immer wieder parkten Taxen vor dem Eingang und spuckten Menschen aus. Die meisten Bars in Berlin hatte er bislang rein dienstlich kennengelernt. Der Kakadu war eine der wenigen, der er auch privat ein paar Besuche abgestattet hatte. Eines Abends, als er schlaflos um die Häuser strich, war er zufällig dort hineingeraten. Er mochte die Jazzband, die auf dem kleinen Podium zum Tanz spielte. Die Bar lag genau dort, wo Joachimsthaler Straße und Augsburger Straße auf den Kurfürstendamm stießen, also nicht allzu weit entfernt von Raths Wohnung. Bevor er dorthin zurückging, wollte er noch etwas trinken, und zwar keinen Tee mit Rum. Der rot-goldene Raum war proppevoll, als er eintrat. Die Band übertönte das Stimmengewirr, einige Paare bewegten sich auf der Tanzfläche mitten im Raum, Rat schaute sich um. Sämtliche Barhocker an der langgestreckten Theke im hinteren Teil des Lokals waren besetzt. Kakadus und andere Paradiesvögel turnten auf den von hinten erleuchteten Glasscheiben, vor denen wieselflinke Barmänner im Gegenlicht eifrig lächelnd die Bestellungen entgegennahmen. Im Kakadu waren überwiegend Leute mit dickem Geldbeutel unterwegs. Der Laden war nicht ganz billig. Rat stellte sich zwischen zwei Männer, die aussahen, als würden sie gleich von ihren Barhockern kippen, und winkte einen Barmann heran. Der Mann beugte sich zu ihm, um seine Bestellung aufzunehmen, und sah ihn dabei an, als würde er ihn kennen. Rat wusste, dass dem nicht so war. So hatten sie ihn schon bei seinem ersten Besuch angeblickt. Das gehörte zum Service. Jeder sollte sich wie ein Stammgast fühlen. Einen Amerikaner bitte, sagte er, lehnte sich an den Tresen und hörte der Band zu. Obwohl die Musik in die Beine ging, spürte er mit einem Mal seine Müdigkeit. Kein Wunder, er war seit dem frühen Morgen unterwegs. Der Barmann kam zurück und stellte ein Glas auf den blank polierten Tresen. Rat ließ ein Markstück in seine Hand fallen und zückte das Foto. Der Barmann wirkte gelangweilt, das Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden, er zuckte mit den Schultern. Auch Diskretion gehörte hier zum Service. Eigentlich hatte er das in diesem Lokal vermeiden wollen, doch rat legte seinen Dienstausweis neben das Foto. Haben Sie diesen Mann wirklich noch nicht gesehen? Noch ein Schulterzucken. Hier ist jeden Tag so viel los. Er ist Russe, half Rath nach und legte unauffällig ein weiteres Markstück auf den Tresen. Der Barmann ließ das Markstück noch unauffälliger unter seiner Handfläche verschwinden und beugte sich näher. Die Rossen hier sind meistens unter sich, flüsterte er. Fragen Sie die doch mal. Mit seinen Augen deutete er eine Richtung an. Dort hinten in der Ecke sollten Sie Ihr Glück versuchen. Aber sagen Sie denen nicht, dass Sie's von mir wissen. Rat schaute sich um. Am anderen Ende des Saals saßen an zwei benachbarten Tischen rund zehn Männer und keine einzige Frau. Er ging langsam durch den Raum, in der einen Hand sein Glas, die andere in der Hosentasche. Die Männerrunde achtete überhaupt nicht auf ihn, sie war in eine offensichtlich anregende Diskussion vertieft, man sprach Russisch. Kleines Treffen der Heimatvertriebenen, fragte Rat und erntete böse Blicke, das Gespräch verstummte augenblicklich. Entschuldigen Sie die Störung, sagte er, zeigte die Blechmarke an seiner Weste und brachte seinen Spruch. Kriminalpolizei, ich bräuchte von Ihnen ein paar Auskünfte über einen Landsmann. Rat holte das Foto aus dem Jackett und hielt es einem blonden Jüngling unter die Nase. »Kennen Sie diesen Mann?« fragte er. »Alexei Iwanowitsch Kardakov.« Der Mann schaute ihn mit großen blauen Augen an, als habe er kein Wort verstanden, und trotzdem sah er so aus, als wisse er genau, um was es ging. Am Nebentisch standen zwei Männer auf, das Gesicht des einen war durch eine lange Narbe entstellt, die quer über die ganze Wange ging, ein Schmiss war das nicht, das sah nach einer schlimmeren Wunde aus. Er warf einen Blick auf das großformatige Foto. Niemand hier kennt diesen Mann, sagte das Narbengesicht. Rat wusste, dass der Mann log, noch bevor der seinen Satz überhaupt zu Ende gesprochen hatte. Oh, sind Sie da ganz sicher? Er deutete auf den Blonden. Ihr Freund hier hat meine Frage noch gar nicht verstanden. Wären Sie so liebenswürdig zu übersetzen? Nicht nötig, er hat sie verstanden. Der Russe plusterte sich auf, unter dem schwarzen Anzugstoff sah Rad starke Muskeln spielen, die wollten nicht nur spielen. Und nun darf ich Sie bitten, uns in Frieden zu lassen, fuhr das Narbengesicht fort. Wir Russen leben hier unter uns, wir regeln unsere Angelegenheiten selbst, und wir mögen es nicht, wenn Deutsche sich in unsere Dinge mischen. Ich mische mit, wo immer es mir passt, erwiderte Rat mit dem provozierendsten Tonfall, den er in diesem Moment zustande brachte. Einen kurzen Moment befürchtete er, der Russe würde explodieren. Das Gesicht lief rot an, die Narbe sogar violett. Sie haben Glück, dass Sie Polizist sind, sagte das Narbengesicht. Wir respektieren die Ordnungskräfte. Ansonsten würden Sie jetzt in Schwierigkeiten stecken. Er machte eine theatralische Pause. In großen Schwierigkeiten. So redet niemand mit mir. Ich kann mir Gesichter gut merken. Beten Sie, dass Sie mir nie privat begegnen. Ich bin immer im Dienst. Ein guter Polizist trinkt nicht im Dienst, sagte der Russe und zeigte auf das Glas in Rats Hand. Oh, dann bin ich vielleicht ein böser Polizist, meinte Rat und trank einen Schluck. So lächerlich dieses Platzhirschgebaren war, er sah nicht ein, vor diesem Muskelaffen den Schwanz einzuziehen. Doch der wurde jetzt freundlicher. Er warf einen Blick auf das Foto, nahm es Rat aus der Hand und tat interessiert. »Wir würden Ihnen wirklich gern helfen, aber wie ich schon sagte, diesen Mann hat keiner von uns gesehen.« »Na, das würde ich Ihre Freunde gern selber fragen,« sagte Rat und zog eine Overstolz aus der Schachtel. »Nicht nötig. Dir würden alle dasselbe sagen.« Der Russe zog dienstfertig ein Streichholzbriefchen und gab ihm Feuer. Ein Blick in die Runde zeigte Rat, dass das Narbengesicht recht hatte. Die würden alle dasselbe sagen. Hm. Sie können das Foto behalten, sagte er, als seine Zigarette brannte. Falls Ihnen doch noch etwas einfallen sollte. Man weiß ja nie. Er trank seinen Americano aus und stellte das Glas auf den Tisch zwischen lauter Wodkagläser. Ich bin öfters hier. Man sieht sich. Damit drehte er sich um und ließ die Russen stehen. Zum ersten Mal heute Abend war er sich sicher, auf Menschen gestoßen zu sein, die Alexei Iwanowitsch Kardakov kannten. Auch wenn sie ihm das niemals verraten würden. In diesem Fall konnte er dem Narbengesicht wohl glauben, niemand in dieser Runde würde der deutschen Polizei gegenüber den Mund aufmachen, zumindest nicht solange einer der beiden Muskelrossen in der Nähe war. Aber das war Rat egal, als er vor dem Kakadu stand, musste er gähnen. Doch trotz seiner Müdigkeit war er bester Laune, als er sich auf den Weg zurück in die Nürnberger Straße machte. Er hatte Blut geleckt, er hatte endlich einen winzig kleinen Anhaltspunkt. Und er wusste jetzt auch, wo er seine Suche fortsetzen musste. Konditorei Café Berlin. Die Werbeaufschrift auf dem Streichholzbriefchen. Als Rat am Samstagmorgen ins Büro kam, ein wenig verkatert, ein wenig verspätet und reichlich übermüdet, saß Wolter bereits an seinem Platz und hämmerte auf die Schreibmaschine ein. Die Typenhebel knallten wie Pistolenschüsse auf das Papier. Morgen, sagte Rat und hängte Mantel und Hut an den Garderobenständer neben der Tür. Der Onkel schaute nur kurz auf und zog eine Augenbraue hoch. Morgen, erwiderte er den Gruß. Gestern ein bisschen zu lange unterwegs? Ein bisschen, antwortete Rat. Äh, Stefan noch nicht da? Kommt heute nicht. Die Politischen riefen eben an. Die Schreibmaschine klapperte weiter, während Wolter redete. Die IA braucht ihn noch. Und unsere Ermittlungen? Nicht heute. Die Sitte hat zu warten. Wir sind weiterhin politisch tätig. Wolter tippte weiter und man sah ihm an, dass es ihm nicht passte. Samstags war Schmidtchen nicht da, Lieselotte Schmidt, ihre Sekretärin, die sonst den größten Teil der Schreibarbeiten erledigte. »Ist ja fast so was wie eine Mordermittlung. Müsste dir doch eigentlich Spaß machen.« Rat überhörte die Anspielung. »Also, kann ich jetzt erst mal meine gestrigen Abenteuer zu Papier bringen?« »Bitteschön.« die preußische Polizei ist in dieser Hinsicht bestens ausgestattet. Wolter deutete auf Rats Schreibtisch, auf dem gut verhüllt eine Schreibmaschine stand. Wusstest du, dass wir mehr Schreibmaschinen als Waffen in unseren Inventarlisten stehen haben? Nur die Kripo oder die gesamte Polizei? Wolter zuckte mit den Schultern. In Deutschland würde es mich nicht wundern, wenn selbst die Reichswehr mehr Schreibmaschinen als Kanonen hat. Rat setzte sich an seinen Schreibtisch und nahm die Schutzhülle von der Adler Vorkriegsmodell. Die schwarze Maschine starrte ihn an wie ein feindseliges Insekt. "Hast du unseren freundlichen Kommunisten Doktor gestern denn zufriedenstellen können?", fragte der Onkel ohne von seinen Tasten aufzusehen. "Völker hört die Signale", antwortete Rat nur und suchte in den Schubladen nach Papier. "Der ist gut", Walter lachte. "Tatsächlich." Endlich unterbrach er sein Getippe. Ist nicht von mir, Dr. Schwarz, der kennt den roten Doktor schon seit gemeinsamen Studienzeiten. Und was sagt Dr. Schwarz sonst noch? Hat Völker ihn in Ruhe arbeiten lassen? Rat nickte. Mehr oder weniger. Am Anfang hat er die empörte kommunistische Nervensäge gespielt, doch während der Untersuchung blieb er erstaunlich friedlich. Selbst, dass Schwarz ihn ununterbrochen aufgezogen hat, schien ihn nicht zu stören. Natürlich nicht. Solche Leute stört das nie. Deshalb sind sie so geworden, wie sie sind. Mag sein. Aber mit dem Ergebnis kann Völker auch zufrieden sein. Genauso wie es ihm in den Kram passt. Ein einziges Geschoss hat tatsächlich gereicht, um beide Frauen zu töten. Es hat die Brust der Jüngeren durchschlagen und dabei das Herz verletzt. Die Ältere wurde nur in die Schulter getroffen und starb an Herzversagen. Wahrscheinlich der Schreck. Der Onkel machte ein angewidertes Gesicht. Äh, was mich am meisten ärgert, ist, dass die Kommunisten aus sowas noch Kapital schlagen. Und das nur, weil die Sozis zu blöd sind, solch eine Aktion anständig zu planen. Er riss das Blatt Papier aus der Maschine. Ah, vielleicht hilft uns das ja halbwegs aus der Klemme, sagte er und wedelte mit dem Papier durch die Luft. Wer sagt denn, dass es nicht doch eine Kommunistenkugel war? Jedenfalls keine Polizeikugel. Dein Bericht, fragte Rat. Schon fertig? Wolter nickte. Wündischs Leute wollen doch alles am liebsten sofort auf dem Tisch haben. Regierungsdirektor Wündisch leitete die politische Polizei. Seine Abteilung IA untersuchte auch die Todesfälle während der Mai-Einsätze. Rat überflog das Papier. Ein Prunkstück polizeilichen Berichtswesens. Knapp, sachlich und präzise. Wolter hatte nicht vergessen, das Auftreten Dr. Völkers genau zu schildern, vor allem die Tatsache, dass der Arzt es war, der die sichergestellte Kugel aus dem Holz geholt hatte. Er hatte es so formuliert, dass der Verdacht sich geradezu aufdrängte, der Kommunist habe das Geschoss ausgetauscht. In jedem Fall aber hätte austauschen können, und damit war das Spitzgeschoss als Beweismittel nicht mehr viel wert. Es war eine Polizeikugel, meinte Rath. Ihm gefiel nicht, wie dieser Bericht mit der Wahrheit umging. Andererseits blieb einem manchmal nichts anderes übrig. Auch Dr. Völker würde die Wahrheit verdrehen, wenn es ihm nützte. Diesen Eindruck hatte er jedenfalls im Leichenschauhaus gemacht. So klang der Protest in Rats Stimme eher matt. Ein Spitzgeschoss, wie wir es in unseren Karabinern verwenden, stimmte Wolter ihm zu. Ich habe es ja selbst zur Ballistik gebracht. Ein Spitzgeschoss, das mir ein Kommunist gegeben hat. Was beweist das schon? Außer, dass es Kommunisten gibt, die Polizeikugeln sammeln. Über Wolters Verhältnis zur Wahrheit musste Rath noch nachdenken, als er nach Dienstschluss in einem Café in der Tauenziehenstraße saß, einen ganzen Stapel Zeitungen vor sich auf dem Tisch. Natürlich wusste Rath, dass es verschiedene Versionen der Wahrheit gab. Jeder Polizeibeamte wusste das. Bei jeder Gerichtsverhandlung konnte er diese Erfahrung aufs Neue machen. Es gab findige Anwälte, denen es gelang, noch so eindeutige Sachverhalte in Frage zu stellen. Umso wichtiger war die Arbeit der Polizei, dem Staatsanwalt wasserdichte Beweise an die Hand geben, die kein Anwalt je zerpflücken konnte. Und Wolter? Er hatte vorhin das genaue Gegenteil gemacht. Er hatte ein Beweismittel durch seinen Bericht unbrauchbar gemacht, natürlich nur um die Polizei vor den Angriffen der Kommunisten zu schützen. Aber heiligte der Zweck wirklich jedes Mittel? Vor Gericht würden sie dann dastehen mit ihren unterschiedlichen Versionen der Wahrheit, Wolter und Völker, der Bulle und der Kommunist? Auf welche Seite würde sich der Zeuge Gerion Rath schlagen? Eigentlich durfte er darüber nicht einmal nachdenken, eigentlich war es undenkbar, als Polizeibeamter gegen die Polizei auszusagen, dann könnte er gleich einpacken. Er würde sich wohl damit herausreden, nichts gesehen zu haben und hatte schon jetzt kein gutes Gefühl dabei. Sollte der geschickt getürkte Bericht wieder einmal so etwas wie eine Lektion gewesen sein? Schon mehrmals hatte er das Gefühl gehabt, Bruno versuche ihm etwas beizubringen, den Provinzbullen Gereon Rath mit den Berliner Gepflogenheiten vertraut zu machen. Er wußte, daß Bruno ihn schätzte und erhielt ebenfalls große Stücke auf den erfahrenen Kollegen, doch was er von diesen Nachhilfestunden halten sollte, wusste er nicht so recht. Erst Brunos Gewaltausbruch auf dem Karstadtgerüst und nun die Lektion im Wahrheit verbiegen. Aber vielleicht musste man das ja drauf haben, um in dieser Stadt zu überleben. Vielleicht war er schon für eine Provinzstadt wie Köln viel zu naiv gewesen. Vielleicht hatte Leclerc ihn mit seiner Pressekampagne nur deshalb so in die Mangel nehmen können. Art erinnerte sich an den Moment, als er Alexander Leclerc zum ersten Mal begegnet war. Ein Gesicht wie Beton, das Gesicht eines Mannes, den man zur Identifizierung seines toten Sohnes gebeten hatte. Auf dem Marmortisch hatte der Tote nicht mehr wie ein Wahnsinniger ausgesehen, ein Wahnsinniger, der auf ahnungslose Passanten schießt. Ein bleicher, junger Mann mit toten Augen, der keine 30 Jahre alt geworden war weil ein anderer Mann den Zeigefinger gekrümmt hatte, weil Gerion Rath den Zeigefinger gekrümmt hatte. Schweigend waren sie im Flur der Gerichtsmedizin aneinander vorbeigegangen, der Polizist und der Vater. Rath hatte nicht gewusst, was er sagen sollte, wie einem Mann begegnen, dessen Sohn man getötet hat. Unsicher hatte er kurz den Arm ausgestreckt, um zu kondolieren, wohl spürend, wie unpassend das war. Leclerc hatte ihn keines Blickes gewürdigt. In dem Betongesicht war keinerlei Regung zu erkennen gewesen, weder Trauer noch Zorn. Alexander Leclerc, einer der bedeutendsten Zeitungsverleger Kölns. Bald darauf hatte es begonnen, jeden Tag eine Schlagzeile. Die erste, Kugelhagel im Agnesviertel, ist unsere Polizei schießwütig. Gleich im ersten Artikel tauchte der Name Gerion Rath auf, Leclerc hatte seine Reporter offensichtlich mit Hintergrundwissen gefüttert. Allein in diesem ersten Artikel wurde Raths Name fünfmal aufgeführt, ebenso erwähnt, dass es sich um den Sohn des berühmten Engelbert Rath handle, Todesschütze Gerion Rath. Wie ihn diese Worte getroffen hatten, jede Silbe wie ein Projektil. Sein Vater hatte versucht, Einfluss zu nehmen, doch das hatte Leclerc's Schlagzeilenkrieg nur angestachelt. Nun wurde auch Rat Senior unter publizistisches Feuer genommen. Das ungefähr war der Zeitpunkt, an dem sie Gereon Rath aus der Schusslinie genommen hatten. Für die Zeit der Verhandlung wurde er beurlaubt. Doch als er nach dem Freispruch wieder seinen Dienst antrat, hagelten die Schlagzeilen von Neuem, schärfer als je zuvor. Leclerc wollte offenbar seinen Kopf, koste es, was es wolle. Die Rache eines Publizisten für den toten Sohn. Der Verleger schien gewillt, seine Reporter nicht eher ruhen zu lassen, bis die Polizeikarriere des Kriminalkommissars Gerion Rath in Trümmern lag. Als klar wurde, dass Rath als Polizist in Köln keine ruhige Minute mehr haben würde, hatte sein Vater den Plan entwickelt. Zusammen mit Otto Bauknecht, dem Kölner Polizeipräsidenten, hatte er seinen Sohn bearbeitet und schließlich hatte der eingewilligt. Engelbert Rath hatte seine Kontakte zum lieben Karl spielen lassen. Er duzte den Berliner Polizeipräsidenten Karl giebel seit gemeinsamen Kölner Zeiten und so den Transfer nach Berlin eingefädelt und gleichzeitig in Köln falsche Fährten gelegt. Als die letzte Schlagzeile erschien, saß Gerion Rath im Zug nach Berlin. Wenigstens dieses Mal hatte die Desinformationspolitik seines Vaters funktioniert. In Köln kannten nur Engelbert Rath und Otto Bauknecht die Wahrheit. Und in Berlin wusste nur Polizeipräsident Zörgiebel von der Kölner Vergangenheit des Kriminalkommissars Gerion Rath, Inspektion E, Alexanderplatz. Ausgerechnet die Sitte, hatten sie für ihn ausgesucht, weil dort gerade eine Stelle vakant war. Doch Engelbert Rath hatte auch diesem Umstand noch etwas Positives abgewinnen können. Da kommst du wenigstens nicht so schnell in die Situation, schießen zu müssen, hatte er seinem Sohn zum Abschied gesagt als sie ihm bereits die koffer ins abteil reichten. rath hatte seinen eltern nicht gewunken als der zug sich in bewegung setzte. stumm hatte er gesehen wie sich der bahnsteig mit den winkenden menschen entfernte bis sich das stählerne gerüst der hohenzollernbrücke in sein blickfeld schob. nach einem letzten blick auf den dom hatte er die zeitung aufgefaltet und die schlagzeilen gelesen: "todesschütze quittiert den dienst. Wahrheit war eine biegsame Ware, das hatte Rat zu spüren bekommen. Vielleicht sollte er bei Weinert in die Lehre gehen, der war ja im gleichen Geschäft wie Leclerc. In der ganzen Kochstraße verbogen sie die Wahrheit, so lange bis sie zum jeweiligen Blatt passte. Hier etwas weglassen, da etwas umformulieren. Obwohl der Kaffee kalt war, nahm Rat noch einen Schluck und blickte auf den Papierberg auf seinem Tisch, Rund ein Dutzend Zeitungen hatte er vorhin durchgeblättert, und obwohl es fast alles bürgerliche Blätter waren und sie den Ereignissen der letzten Tage alle die gleiche Wichtigkeit einräumten, hatte jeder Einzelne ein anderes Bild von den Mai-Unruhen gezeichnet. Einig war man sich allein darin, dass es sich um die schwersten Straßentumulte seit zehn Jahren handelte. Aber selbst zur Zahl der Todesopfer gab es unterschiedliche Angaben, Einige Blätter folgten den offiziellen Mitteilungen der Polizei, andere lasen sich wie Abenteuergeschichten oder Kriegsberichte. Rath fragte sich, wo die Journalisten ihre Informationen hergenommen hatten. Der Reporter des Tageblatts schien wenigstens dabei gewesen zu sein. Die liberale Presse verließ sich nicht allein auf die amtlichen Verlautbarungen. Die Vossische Zeitung hatte zwar den Bericht des Polizeipräsidenten abgedruckt, ihn aber als solchen kenntlich gemacht und neben die eigenen Berichte gestellt. Das Blatt hatte das Wort von Berlins blutigem 1. Mai geprägt, das schon die Runde machte. Blutmai. Der Großeinsatz der Berliner Polizei hatte keine guten Kritiken bekommen. Die konservative und die nationale Presse hielten ihn im Grunde für richtig, die Ausführung aber für stümperhaft. So zies traute man ein richtiges Durchgreifen eben nicht zu. Die Kritik der liberalen Blätter hatte sich zunächst konzentriert auf rechts- und linksradikale Scharfmacher, die sich an der Vorstellung berauschten, dass aus den schweren Krawallen mit der Zeit ein frischer, fröhlicher Bürgerkrieg werden könnte, wie es die Vossische Zeitung formuliert hatte. Doch mittlerweile verurteilten auch sie das Vorgehen der Polizeikräfte, und zwar als unverhältnismäßig brutal. Unter den Toten waren zu viele Unbeteiligte, um noch von einem den Umständen angemessenen Einsatz sprechen zu können. Zörgiebel würde Schwierigkeiten bekommen. Vater Stuts Freund trug die volle Verantwortung für den martialischen Polizeieinsatz. Er hatte die Unruhen mit seinem strengen Demonstrationsverbot geradezu herausgefordert. Überall sonst in Deutschland waren die Mai-Demonstrationen friedlich verlaufen, von einigen Schlägereien zwischen Sozis und Kommunisten einmal abgesehen. Aber eigentlich war es Rat nicht um die Zörgibel-Kritiken gegangen, als er vorhin am Wittenbergplatz eine Station früher aus der U-Bahn gestiegen war und sich im Café Zunz mit Zeitungen eingedeckt hatte. Er hatte mehr über einen anderen Polizeieinsatz erfahren wollen, den die Mai-Unruhen aber ausnahmslos auf die hinteren Seiten verbannt hatten. Dafür waren sich die Blätter bei dem Toten aus dem Landwehrkanal ausnahmsweise einmal einig, alle Zeitungen bezeichneten den Fall als mysteriösen Todesfall am Landwehrkanal. Alle hatten nur die gleichen mageren Informationen zu bieten und alle hatten ein Bild des Toten veröffentlicht und dazu die Zeile gedruckt, wer kennt diesen Mann. Hier hatte die Pressearbeit der Burg also funktioniert. Alle großen Zeitungen hatten mitgezogen. Was sollten sie auch tun? Die eigene Wahrheit konstruieren, das war vor allem die Kunst des Weglassens, doch in diesem Fall hatte die Journalie so wenig, dass sie gar nichts mehr weglassen konnte. Gedankenverloren rührte Rat in seiner fast leeren Kaffeetasse und schaute aus dem Fenster auf das Samstagnachmittagsgewimmel vor dem KDW. Ohne es zu merken, verzog er seinen Mund zu einem leisen Lächeln. Böhm musste völlig im Dunkeln tappen. Die Inspektion A hatte eine Leiche, von der sie nicht einmal den Namen kannte. Rat sah seine Chancen in diesem Spiel mitzuspielen, ein großes Stück wachsen. Noch einen Kaffee, der Herr. Der Kellner war an seinen Tisch getreten. Seine Miene hatte etwas Beleidigtes. Rat taxierte den Mann von oben bis unten, als habe dessen äußere Erscheinung großen Einfluss auf seinen Kaffeedurst. Danke, zahlen, sagte er schließlich. Er hatte genug gelesen. Zeit zum Handeln. Zahlen der Herr? Sehr wohl. Der Kellner tat ungerührt. Dann besteht also berechtigte Hoffnung, dass sich auch die anderen Gäste unseres Hauses heute noch der Zeitungslektüre widmen können? Der Mann im Frack rauschte ab, um die Rechnung zu holen. Rat wartete nicht, bis er zurückkam. Er legte das Geld auf den Tisch. Aus dem Tageblatt riss er das Foto des toten Boris und nahm es mit. Nun hatte er Porträts von zwei Russen. Vielleicht würde ihn das weiterbringen. Das Mietshaus am Luisenufer kam ihm vor wie ein alter Bekannter. Nur dass die Suche nach Alexei Kardakov ihn jetzt weitaus mehr interessierte als noch vor fünf Tagen. Im Hof hörte er jemanden Teppich klopfen, Rat trat in den Hausflur. Im Treppenhaus roch es nach Putzmittel. Ganz unten machte er den Anfang. Die Portierswohnung. Schäffner stand auf dem Klingelschild. Er schellte, nichts passierte. Nach einer Weile drückte er die Klingel noch einmal. Endlich hörte er Geräusche. Ein Riegel wurde beiseite geschoben, ein Schlüssel drehte sich im Schloss. Die Tür öffnete sich ein wenig und ein dicker Frauenkopf schaute durch den Spalt. »Ja?« äh, »Entschuldigen Sie, dass ich Sie an einem Samstag stören muss.« Rat brauchte einen Moment, um ihren verständnislosen Blick zu deuten, dann verbesserte er sich. Äh, Sonabind, meine ich. Auch sprachlich war er noch nicht ganz in der Stadt angekommen. Kriminalpolizei, fuhr er fort. Könnte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie sind aber nicht von hier. Misstrauen klang aus dem Türspalt. Können Sie sich ausweisen? Er hielt seinen Dienstausweis in den Spalt. Hm. Was wollen Sie? Vielleicht darf ich erst mal reinkommen. Sie trat beiseite und öffnete die Tür ganz. Na, dann kommen Sie mal rein, bevor noch das zu Haus mitbekommt, dass die Polizei da ist. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht schmutzig machen. Er trat sich brav die Füße ab und trat ein. Der Rest der Frau war genauso dick wie der Kopf. Er zwängte sich irgendwie vorbei. Warum wollen Sie denn ausgerechnet zu mir? fuhr sie fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Seien so froh, dass mein Hermann gerade nicht da ist. Der hätte Ihnen was erzählt. Haben Sie nicht Wichtigeres zu tun? Das ist hier ein anständiges Haus. Wir haben noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt. An der Garderobe im Flur hing eine braune Uniformmütze. Politisch tätig, der Herr Gemahl? unterbrach Rat ihren Redeschwall. Da muss man ja wohl wo die Kommunisten immer frecher werden und die Polizei sie nicht in den Griff bekommt. Sie führte ihn in ein altmodisch, plüschig eingerichtetes Wohnzimmer. Obwohl es auch hier nach Putzmittel roch, kam Rat die Wohnung irgendwie miefig vor. Die Frau schob ihr Gewicht hinter ihm her durch die Wohnzimmertür. Hindenburg hing an der Wand, daneben der Kaiser, der Ex-Kaiser. Beide schauten den Besucher streng an. Rat musste an ihre Doppelgänger im Atelier König denken. Na dann setzen Sie sich mal, Herr. Rat, Kriminalkommissar Rat. So, sind Sie endlich den Liebigs aus dem Hinterhaus auf die Schliche gekommen? Er versank fast in dem gelben Sessel. Wie? Na wenn dat keine Kommunisten sind, dann fressigen Besen. Der liebe ich, der war auch am 1. Mai auf der Straße, obwohl's verboten war, aber ihr schnappt haben sie nicht ihre lieben Kollegen, frech wie Rotze kam er zurück und spuckte große Töne, die rote Fahne noch ingerollt und dann arm und seine Frau, na ich sag ihn. Äh, vielen Dank. Ich werde ihre Informationen weiterleiten. Er glaubte nicht, dass sie seinen Sarkasmus bemerkt hatte, staunend beobachtete er, wie ihr Gewicht das Polster des Sofas fast bis auf den Boden drückte. Aber, ähm, liebe Frau Schäffner, mir geht es um etwas anderes. Sie rutschte auf dem Sofa hin und her. Aber viel Zeit habe ich nicht. Sie haben mich mitten im Hausputz hier stört. Ich suche nach einem Mann, der hier wohnen soll, es aber offensichtlich nicht tut. Sie schaute ihn verständnislos an. Sagt Ihnen der Name Alexei Iwanowitsch Kardakow etwas? In Russe? Nee. Hier im Haus wohnt kein Russe. Ja, niemand, der in den vergangenen zwei Monaten hier neu eingezogen ist? Hier nicht. Im ersten Hinterhaus ist der Brückner ausgezogen. Das heißt, mein Herrmann hat die rote Sau rausgeschmissen, weil er die Miete nicht bezahlen konnte. Da wohnt jetzt ein neuer, aber ein deutscher Kein Russe. Kardakov ist schon lange in Deutschland. Vielleicht haben Sie gar nicht gemerkt, dass er Russe ist. Glauben Sie mir, so merke ich. Außerdem hat er einen deutschen Namen. Ja, und welchen? Sie überlegte. Müller oder Möller, na, sohn ein Allerweltsname. Ja, jetzt, wo Sie fragen, fällt mir auf, dass ich das ja nie so genau weiß. Wahrscheinlich, weil ich den Mann noch nicht gesehen hab. Ich kann mir Namen nur zusammen mit Gesichter merken. Sie haben ihn noch nie gesehen? Rat konnte kaum glauben, dass dieser Frau überhaupt irgendetwas in diesem Haus entging. Herr Müller oder Möller musste unsichtbar sein, oder Indianer. Nö. Nee. Sie zuckte mit den Schultern, als wundere sie sich selbst über diese Wissenslücke. Aber mein Mann hat ihn Bestimmt gesehen, der treibt ja auch die Miete ein. Und wie lange wohnt der Herr denn schon hier? Noch nicht lange, sah ich ja, Ein Monat vielleicht. Arbeitet als Nachtwächter so viel ich weiß. Bei Osram hat Hermann erzählt, tagsüber schläft er. Da können Sie alle im Haus fragen, der lässt sich kaum blicken. Eine Frage noch. Er zog den Zeitungsausriß aus der Tasche und schob ihr das Foto des toten Russen über den Wohnzimmertisch. Haben Sie diesen Mann vielleicht schon einmal gesehen? Neugierig schaute sie auf das Bild, sie schüttelte den Kopf, dann erkannte sie ihn plötzlich wieder. Das ist ja der aus der Zeitung, dieser arme Kerl, den Sie aus dem Kanal geholt haben. Ist das etwa Ihr Kardakov? Nein, das ist ein anderer Fall, sagte Rat schnell und steckte den Zeitungsschnipsel wieder ein. Fehlanzeige. Er zeigte ihr das Hochglanzfoto. Das ist Kardakov. Mhm. Nie gesehen. Eine Frage fiel ihm noch ein. Sagen Sie, haben Sie vor ein paar Tagen einen nächtlichen Streit mitbekommen, hier vor dem Haus? Wir schlafen nach hinten raus. Vorn macht die Bahn solchen Lärm. Da kriegen wir nicht mit was auf der Straße. Sie hielt inne. Moment! Im Hof hat's letztens mal Krach hier jeden nachts. Da hat ihn rumgebrüllt, dass wir aus dem Bett gefallen sind. Herrmann wollte schon eingreifen. Die Krakeler waren denn aber weg, als er draußen war. Da hatte wohl schon jemand anderes für Ordnung hier sorgt. Suchen Sie den Karlakoff deswegen? Haben sich welche aus dem Haus beschwert? Die hätten doch auch zu uns kommen können. Das hätte Hermann schon je regelt. Äh, da müssen sich zwei Russen gestritten haben, hakte Rat nach. Der eine war ein Russe, stimmt. Aber der andere war ein Deutscher. Ein Deutscher, sind Sie sicher? Ganz sicher. Das war doch der, der dafür Ruhe gesorgt hat. Natürlich war das der Deutsche. Und wann war das? Sie überlegte kurz. Keine Ahnung, so Montag oder Dienstag, glaube ich. »Irgendwann Anfang der Woche.« Ihr Blick fiel auf die Wanduhr. »So,« äh, sie stand auf, »und nun muss ich Sie bitten zu jen. Mit dem Hausputz bin ich noch nicht durch, und kochen muss ich auch noch.« Rat wunderte sich, wie schnell sie aus den Polstern kam. Er hatte größere Mühe mit seinem Sessel, in dem er beinahe ertrunken wäre. »Sie sollten sich mal im Hinterhaus umsehen,« rief sie ihm noch hinterher. »Um die Liebig sollte sich die Polizei mal kümmern.« als er wieder draußen war, ging er tatsächlich zum ersten Hinterhaus. Seine Neugier galt weniger der Familie liebig als einem offenbar unsichtbaren Herrn. Im Hof holte er erst einmal tief Luft, froh den schneidenden Putzmitteldüften entkommen zu sein. Die Teppichstange war verwaist, der Hof menschenleer, als habe sich herumgesprochen, dass Polizei im Haus war. Im zweiten Hof hörte er eine Kreissäge. Die Briefkästen am Hinterhaus zeigten ihm, dass dort tatsächlich ein Herr Müller wohnte. Sollte sich Kardakow den banalsten aller deutschen Namen zugelegt haben? Oder wohnte hier doch nur ein Nachtwächter der Osram Werke? Rat ging die Treppe hinauf in den ersten Stock und schellte. In der Wohnung blieb alles ruhig. Er horchte an der Tür. Kein Laut. Der lässt sich den ganzen Tag nicht blicken, hatte die dicke Portiersfrau gesagt. Rat schaute auf die Uhr. Fast halb fünf da mußte auch ein nachtarbeiter längst auf den beiden sein doch auch nach wiederholtem sturmklingeln tat sich nichts das einzige was rat in der wohnung hörte war die klingel entweder war herr müller taub oder nicht zu hause wo er nun schon einmal im treppenhaus war ging er noch eine etage höher und klingelte bei Liebig. aber auch da blieb alles still als er wieder auf der straße stand zündete er sich eine zigarette an um besser nachdenken zu können er wollte das Streichholz vor dem Haus auf die Straße schnippen, ließ es aber sein, als er hinter einem Erdgeschossfenster die Konturen eines dicken Kopfes bemerkte. Frau Schäffner war so neugierig, wie er es von ihr erwartet hatte, umso seltsamer, dass sie Herrn Müller noch nie gesehen hatte. Rat tippte grüßend an seinen Hut und freute sich, als der dicke Kopf zurückzuckte. Irgendetwas stimmte mit dieser Adresse nicht. Er würde dem Haus am Luisenufer noch einen Besuch abstatten. Er musste wissen, wer sich hinter diesem unsichtbaren Herrn Müller verbarg. Entweder sprach der mit russischem Akzent oder aber Kardakov hatte Elisabeth Behnke ganz einfach eine falsche Adresse hinterlassen. Was auch immer zutraf, eines stand fest. Alexei Iwanowitsch Kardakov war abgetaucht. Er wollte nicht gefunden werden. Dass dazu allerdings allein Mietschulden geführt hatten, das mochte Rat nicht mehr glauben nicht nachdem man einen Toten aus dem Kanal gefischt hatte. Das Verschwinden des einen Russen und der Tod des anderen hatten miteinander zu tun. Und dann war da noch eine andere Ungereimtheit. Rat fragte sich, ob er Herrn Müller womöglich doch schon einmal zu Gesicht bekommen hatte, ein kleiner Mann mit einem zu groß wirkenden Hut. Der Mann, der ihm bei seinem ersten Besuch von einem Streit zweier Russen berichtet hatte, Frau Scheffner dagegen hatte felsenfest behauptet, ein Russe habe sich mit einem Deutschen gestritten. Wer sagte die Wahrheit? An dem nächtlichen Lärm jedenfalls schien etwas dran zu sein. Boris hatte auch hier am Luisenufer nach Kardakow gesucht. Die Frage war nur, hatte er ihn gefunden? Davon war Rat bei seinem ersten Besuch in diesem Haus noch ausgegangen, als er gehört hatte, zwei Russen hätten sich angebrüllt. Wenn es aber stimmte, dass nur einer der beiden Streithähne russisch gesprochen hatte, drängte sich ein anderer Schluss auf. Dann hatte sich eine ähnliche Szene abgespielt wie in der Nürnberger Straße. Boris klingelt einen wildfremden Mann aus dem Bett, wieder in der Meinung, es sei Kardakov, es gibt Streit, Boris schiebt ab. Und wird kurz darauf ermordet, von dem untergetauchten Kardakov, dem jemand zu dicht auf die Pelle gerückt war. Doch welchen Sinn machten dann die Misshandlungen? Welche Informationen hätte Kardakow aus ihm herauspressen wollen? Und warum war der Mann an einer Heroinvergiftung gestorben? Bevor Rat am Cottbusser Tor die Treppen zum Bahnhof hinaufstieg, trat er mißmutig seine Zigarette aus. Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte, einen Sinn ergab das alles noch nicht. Aber dieses Gefühl kannte er. So war das meist am Anfang einer Ermittlung. Das würde sich noch ändern. Er musste Geduld haben und er durfte nicht locker lassen. Er stieg in die Bahn und fuhr drei Stationen in Richtung Westen. An der Möckernbrücke stieg er wieder aus. Er wollte sehen, wo es passiert war. Er sah es schon, als er den Kanal überquerte. Am Tempelhofer Ufer, dicht an der Brücke, klaffte eine Lücke in der Uferbegrenzung. Sie war mit weiß-rot gestrichenen Brettern gesichert. Kaum ein Passant schenkte der provisorischen Absperrung Aufmerksamkeit. Rad fummelte seine letzte Oberstolz aus der Packung, als er am Tempelhofer Ufer angekommen war, und schaute auf die Uhr. Im Schatten der Bäume, die die Uferpromenade säumten, stand eine Bank, auf die er sich setzte. Es sah so aus, als ließe er seinen Blick ziellos in die Ferne schweifen, doch er registrierte jede Einzelheit. Links von ihm war das Auto durch die Begrenzung gekracht einem Baum fehlte ein großes Stück Rinde. Ansonsten schien der Wagen ziemlich genau die Lücke zwischen zwei Bäumen erwischt zu haben, und das mit einem Toten am Steuer. Er versuchte sich vorzustellen, wie das Ganze abgelaufen sein konnte. Boris hatte tot im Auto gesessen, mit gebrochenen Händen und Füßen. Wer war dann gefahren? Entweder hatte noch jemand im Wagen gesessen, jemand, den sie nicht gefunden hatten, oder aber irgendwer musste das Gaspedal eingeklemmt haben. Rat hätte nur zu gern mehr Details der Ermittlungen gekannt, aber außer dem, was er im Leichenschauhaus gehört hatte und dem wenigen, was in den Zeitungen stand, wusste er nichts. Er stand auf und schlenderte ein wenig umher, er überquerte die Straße und schaute sich die Häuser am Tempelhofer Ufer an. Alles ganz passable Mietshäuser sah nicht aus wie eine Verbrechergegend. An der Brücke auf der anderen Seite der Möckernstraße stand ein Kiosk, Sonst gab es hier keine Geschäfte, nur Wohnhäuser, Büros und den Güterbahnhof. Rat ging langsam an den Hauseingängen vorbei und kontrollierte die Namen auf den Briefkästen. Ein Kardakoff war nicht dabei, er hatte auch nicht wirklich damit gerechnet. Hinter dem Kiosk begann das Betriebsgelände des Anhalter Güterbahnhofs, wahrscheinlich versorgte das Bütchen vor allem die Bahnarbeiter mit Zigaretten, Zeitungen und Bier. Rat ging hinüber, er hatte nichts mehr zu rauchen. Außerdem waren Kioskbetreiber oft dankbare Gesprächspartner für einen Polizisten. Sie bekamen eine ganze Menge mit. »Overstolz, 5-6er-Packung«, sagte er, nachdem er die Gestalt im Dunkel des Bretterverschlags mit einem kurzen Nicken begrüßt hatte. Der Mann war ziemlich dick und wirkte, als sei er in seinem Kabuff festgewachsen. Rat hätte sich nicht gewundert, wenn er festgestellt hätte, dass der massige Oberkörper auf ein Drehgestell geschraubt wäre. So jedenfalls sah es aus, als der Dicke sich nach hinten drehte und fünf Schachteln Oberstolz aus dem Regal holte. Wahrscheinlich saß er auf einem Bürodrehstuhl, doch von dem war nichts zu sehen. 1.50, sagte er. Auf Feuer? Rat nickte und überlegte, wie er mit dem Mann unverkrampft ins Gespräch kommen könnte. Bitte. Der Dicke reichte ihm eine Streichholzschachtel. Hat sie jemand versetzt? fragte er unvermittelt, als er das passend abgezählte Geld entgegennahm. Rat schaute den Mann fragend an. Na, das hat so ausgesehen, wie Sie da vorhin gewartet haben und niemand gekommen ist. Na ja, machte Rat, während er sich die erste Zigarette aus der neuen Packung anzündete. War vielleicht keine gute Idee, sich ausgerechnet hier zu verabreden. Schlechtes Omen. Er deutete auf die rot-weißen Bretter. Da ist er doch durch, oder? Der Dicke nickte. Eigentlich ja schön, dass meine Ecke auch mal in die Zeitung kommt, aber umsatzsteigernd hat sich das noch nicht ausgewirkt. Keine Heerscharen von Schaulustigen und Journalisten? Nee, bislang nur ein paar Bullen, aber die kaufen nichts, die fragen nur. Der Kioskbetreiber schien ihn nicht für einen Bullen zu halten, sonst hätte er das wohl nicht gesagt. Gut so, Rat wollte hier nicht als Polizist aufkreuzen, Böhms Leute könnten sonst Wind davon bekommen, dass einer von der Sitte in ihrem Revier unterwegs ist, und das musste nicht sein. Die Marke, die er sonst an seiner Weste trug, hatte er in der Bahn in die Manteltasche gesteckt. Haben Sie denn was gesehen? fragte er und hoffte mit dieser direkten Frage keinen Verdacht zu erregen. Doch der Dicke blieb redselig. »Es ist doch mitten in der Nacht passiert, und ich schließ schon um sechse«, sagte er. »Aber am nächsten Morgen gegen fünf, als ich wieder aufmachen wollte, standen immer noch zwei Schuhposter an der Gegend rum und taten so, als bewachten sie etwas. Die Kriminalen vom Alex kamen erst viel später, haben mir ganz schöne Löcher in den Bauch gefragt dafür, dass ich eigentlich gar nichts gesehen habe.« »Aber Sie kriegen hier viel mit, oder?« die schweren Schultern zuckten. Kann schon sein. Hier kommen ja auch eine Menge Leute vorbei. Na, eine gute Beobachtungsgabe haben Sie jedenfalls. Rat nahm einen tiefen Zug, mal schauen, wie der Dicke auf Schmeicheleien reagierte. Ich bin Ihnen ja auch gleich aufgefallen. Ja, man muss die Leute im Blick haben. Gebt immer mal wieder einen, der was klauen will. Ein Kollegen von mir am Schlesischen Bahnhof haben sie sogar mal die Bude überm Kopf angezündet, während der drin stand. Benzin auf der Zeitung, Streichholz und auf Wiedersehen. Eine Handvoll Rotzlöffel, höchstens 15 oder 16. Und geschnappt haben die Bullen keine einzigen. Kein Wunder, der Norden hatte die Jungs geschickt. Der Kiosk lag in seinem Gebiet und der Mann darin passte ihm wohl nicht. Ich habe keinen Ärger mit einem Ringverein, aber aufpassen muss ich trotzdem. Rat nickte, der Ringverein Norden hatte vor kurzem noch Schlagzeilen gemacht. Nach einer blutigen Massenschlägerei in der Breslauer Straße, bei der ein Hamburger Zimmermann erstochen worden war, hatte der Polizeipräsident zwei Zuhältervereine verboten, einer davon war der Norden. Bei solchen Exzessen griff die Polizei hart durch, normalerweise aber tolerierte sie die Ringvereine, die angeblich Ex-Häftlingen beim Wiedereinstieg in die Gesellschaft halfen in Wirklichkeit aber die ungewöhnlichen Fähigkeiten ihrer zahlenden Mitglieder recht gewinnbringend einzusetzen wussten. Kurz, die Ringvereine regelten das organisierte Verbrechen in Berlin, hatten die Stadt in Reviere aufgeteilt. Solange die Vereine sich kooperativ zeigten und an bestimmte Regeln hielten, unternahm die Polizei nichts, denn die Selbstorganisation der Unterwelt erleichterte auch deren Kontrolle und Exzesse wie in der Breslauer Straße waren selten. Mord war ein Verbrechen, das gegen den Ehrenkodex der Ringvereine verstieß. Allerdings hielten sich einige der neuen Vereine von den alteingesessenen als Rattenvereine beschimpft, auch an diese Regeln nicht mehr so genau. Die Zeiten waren eben härter geworden. Gibt's hier denn überhaupt einen Ringverein? fragte Rat den Dicken. Ich dachte sowas gibt's nur im Osten. Glauben Sie nicht, dass es in Kreuzberg kein Verbrechen gibt, mein Freund. Der Mann beugte sich ein wenig nach vorne, ein kleines Stück nur, weil er sonst wahrscheinlich vom Stuhl gefallen wäre, wie Rat vermutete, aber das reichte, um ihn wie einen Verschwörer aussehen zu lassen, zumal er nun flüsterte. Ich möchte zum Beispiel nicht wissen, wie viel Diebesgut Tag für Tag da hinten auf dem Anhalter Bahnhof verschoben wird. Fragen Sie mal einen Arbeiter, was für zwielichtige Gestalten auf einem Güterbahnhof so rumlaufen. Aber meinen Sie, dass das mit dem Mord hier zu tun haben könnte? Rat deutete auf die kaputte Uferbegrenzung. <laughs> sie werden lachen. Genau das haben die Kriminalen mich auch gefragt. Rat wollte gerade nachhaken, da sah er sie. Wie aufs Stichwort waren zwei Gestalten auf die Straße getreten, zwei Kriminale, wie der Dicke sie genannt hätte. Aus einem der Häuser, vor denen er vor wenigen Minuten noch selbst gestanden hatte, das eine war ein Kriminalassistent aus der Inspektion A, dessen Namen er nicht kannte, das andere war eine Frau. Keine Kriminalbeamtin, eine Stenotypistin. Charlotte Ritter. Ausgerechnet. Rat verzog sich hinter den Zeitungsständer und blätterte durch die Zeitungen, ohne wirklich hinzuschauen. Die beiden hatte Böhm von der Leine gelassen, keine Frage. Besser, wenn sie ihn nicht entdeckten. Äh, steht hier irgendwas über den Toten im Kanal? fragte er den Dicken, um seinen Schrecken zu überspielen, und trat die Zigarette aus. Nehmen Sie besser das Tageblatt, empfahl der. Das ist informativer. Rat schaute auf die Zeitung, die er in den Händen hielt, der Angriff. Ein Hetzblatt der Völkischen, das den Vizepolizeichef regelmäßig diffamierte. Dr. Bernhard Weiß war Jude. Einen anderen Grund brauchte der Angriff nicht für seine Attacken gegen den besten Kriminalisten der Berliner Polizei. Nur weil Weiß kein Sozi war, saß er nicht selbst auf dem Stuhl des Polizeipräsidenten. Vielleicht gab es auch andere Gründe. Nicht nur die Völkischen hatten etwas gegen Juden, aber sie waren die einzigen, die mit ihrem Judenhass hausieren gingen. Der Dicke hielt ihm ein Exemplar des Berliner Tageblatts entgegen und Rat griff zu, immer noch das Pärchen im Blick, das auf die Möckernstraße zuging. Er würde die Zeitung kaufen, um keinen Verdacht zu erregen, obwohl er sie vorhin im Café bereits gelesen hatte. Umständlich suchte er nach seinem Portemonnaie, beide Zeitungen unter den Arm geklemmt, die Liberale und die Völkische. Als er die Augen wieder hob, sah er den Kriminalassistenten über die Möckernbrücke zur Bahn gehen, Allein? Wo war seine Begleiterin? 15 Pfennig, sagte der Dicke. Rat suchte nach Kleingeld. Er fühlte sich unwohl. Wie sollte er ihr aus dem Weg gehen, wenn er nicht wußte, wohin sie gegangen war? Und dann hatte sich die Frage erübrigt. Zuerst sah er nur ihren Mantel und ihre schlanken Knöchel unter dem Zeitungsständer näher kommen. Dann stand sie in Gänze vor ihm. Ihre Augen waren noch dunkler, als er sie in Erinnerung hatte. Sie wirkte überraschter als er. Kein Wunder, er hatte ja Zeit gehabt, sich auf die Begegnung vorzubereiten, vier Sekunden ungefähr, aber das reichte, um sich wenigstens halbwegs in den Griff zu bekommen, und vielleicht sogar die Situation. Oh, was für eine Überraschung, sagte Rat, legte Zeitungen und Portemonnaie dem Dicken vor die Nase auf den Verkaufstresen und lüftete seinen Hut. Wohnen Sie hier in der Gegend? Sie erstmal in die Defensive bringen, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommt, selber Fragen zu stellen. Ich bin dienstlich hier, antwortete sie brav. Die Dame ist bei der Polizei, sofflierte der Dicke. Das weiß der Herr, er ist auch bei der Polizei. Rat schaute den Dicken an, dem diese Neuigkeit sichtlich unangenehm war. Könnte ich eine Packung Juno haben? fuhr sie fort, und der dicke Oberkörper drehte sich wieder zum Zigarettenregal. Interessante Mischung, sagte sie zu Rat. Er musste sie ziemlich begriffsstutzig angeschaut haben, sie lächelte, und ihr Grübchen hätte ihn beinahe noch mehr aus der Fassung gebracht. Ihre Zeitungslektüre, erklärte sie. In der Tat, der Angriff und das Berliner Tageblatt, wie sie da so einträchtig auf dem Tresen lagen, das passte nicht ganz zusammen. Ich brauche nur eine davon, sagte er. Ich hoffe die richtige. Er legte zwei Groschen auf den Tresen und nahm das Tageblatt. Er war nicht politisch, aber sollte sie ihn ruhig für einen Liberalen halten, besser als für einen völkischen oder für einen Sozi, denn als solchen hatte ihn die Gerüchteküche in der Burg abgestempelt, als durchgesickert war, dass zollgiebel ihn protegiert hatte. Der dicke im Kiosk hatte sich inzwischen wieder herumgedreht. Juno muss ich erst holen, sagte er. Und tatsächlich schaffte er es, von seinem Stuhl aufzustehen. Er ging nach hinten, wo offensichtlich seine Vorräte lagerten. Rat staunte, daß sich der Mann in dem engen Bretterhäuschen überhaupt bewegen konnte. Er war froh, mit Charlotte Ritter allein zu sein. Machen in der Inspektion A auch die Stenotypistinnen Überstunden? fragte er. Wenn sie für Mordermittlungen eingesetzt werden, dann ja. Der Tote im Kanal? Sie nickte sie arbeiten wie eine kriminalbeamtin nur manchmal aber bezahlt werde ich hier eine stenotypistin und das immer und was sagen die leute die sie befragen dazu die kriegen das gar nicht mit ich bin immer mit einem kriminalbeamten unterwegs der seinen ausweis zeigt heute durfte ich mit unserem kriminalassistenten gräf um die häuser ziehen rat nickte der dicke kam zurück und wälzte sich ächzend auf seinen stuhl und was führt Sie in diese Gegend? Wohnen Sie etwa hier? Dann müsste ich auch Sie befragen. Rat schaute den Dicken an, der gerade damit beschäftigt war, eine Stange Juno aufzureißen und mit dem Papier kämpfte. Ich äh, hatte eine Verabredung, sagte er. Ist aber versetzt worden, meldete sich der Mann am Kiosk und hielt ihr eine Sechserpackung Juno hin. Wird hier selten gekauft murmelte er entschuldigend, drehte sich auf seinem Stuhl nach hinten und begann die übrigen Packungen aus der Stange im Regal zu verstauen. Eine Zeit lang herrschte betretenes Schweigen, Rat tat nichts dagegen, das kam ihm gerade sehr zu Pass, sollte sie ruhig glauben, der Dicke hätte ihn in Verlegenheit gebracht. Dann merkte sie wenigstens nicht, dass eigentlich sie die Ursache dafür war. 20 Pfennige«, meldete sich der Dicke aus seiner dunklen Höhle. Sie öffnete ihre Handtasche und kramte nach der Geldbörse. Rat nutzte die Gelegenheit und verabschiedete sich mit einem kurzen Tippen an den Hut. Wir sehen uns dann am Montag in der Burg, sagte er. Wahrscheinlich nicht. Montag habe ich Strafrecht, erwiderte sie und schaute ihn an. Diese dunklen Augen. Er rätselte über ihre Antwort nach. Ah, jedenfalls schönes Wochenende, wünschte er und machte sich auf den Weg. Ihr Wechselgeld, rief ihm der Dicke nach, als er die Straße überquerte, doch Rat tat so, als würde er den Mann nicht mehr hören. Er überquerte die Möckernbrücke, ging aber nicht zur Hochbahn hinauf, sie würde garantiert mit der Bahn fahren und er wollte nicht auch noch neben ihr sitzen. Er lief zu Fuß bis zum Anhalter Bahnhof und spendierte sich dort ein Taxi. Im Café Berlin schien kein Mensch mehr nüchtern zu sein. Wer nicht dem massenhaft ausgeschenkten Schaumwein zugesprochen hatte, der hatte sich in den eleganten Waschräumen die Nase mit Kokain gepudert. Die meisten hatten beides getan. Der Raum erstreckte sich über drei Etagen, ebenso die abstrakte Lichtskulptur an dem großen Wandpfeiler. Unten war das Tanzcafé mit der Weinstube verbunden, die als besondere Attraktion einen subtropischen Dschungel im Erdgeschoss wachsen ließ, der wirkte, als sei der benachbarte zoologische Garten über seine Grenzen gewuchert. Wer sich von dem lauten Treiben ein wenig erholen wollte, der suchte den Teeraum auf oder die Cocktailbar in der ersten Etage. Getanzt wurde nur im zweiten Stockwerk, doch die Musik war überall zu hören. Elegant, fließender Swing, nicht so schnell und hektisch wie im Kakadu, dass einem die Musik geradezu um die Ohren schlug. Ein Plakat wies darauf hin, dass die Excellus Seven hier so gesittet spielten. Rath stand im ersten Stock an der Brüstung und schaute auf die Tische im Erdgeschoss, seine Rechte spielte mit einem Streichholzbriefchen, die linke steckte in der Hosentasche. Er hatte vorhin noch ein Bad genommen und sich in Abendgarderobe geworfen, weiß Gott, was die Behnke gedacht haben mochte, als er so aus dem Haus gegangen war. Während sein Blick über die Gesichter dort unten flog, dachte er an einen ganz anderen Ort und ein ganz anderes Gesicht. Obwohl mittlerweile einige Stunden vergangen waren, kreisten seine Gedanken immer noch um die Begegnung am Kiosk. Nicht weil er befürchtete, dass Böhm von seinem Ausflug an die Möckernbrücke erfuhr, das erschien ihm unwahrscheinlich, sie hatte ja nicht einmal nach seinem Namen gefragt. Nein, seltsamerweise waren es ihre Augen, die ihm nicht aus dem Kopf gingen, dunkle, unergründliche Augen. Er kam sich vor wie in einem schlechten Liebesfilm, wo die Frauen den Männern schmachtende Blicke zuwarfen. Das hatte sie nicht getan, sie hatte ihn einfach nur angeschaut, und trotzdem ließ ihn dieser Blick nicht los. Reiß dich zusammen, schalt er sich, nicht mit einer aus der Burg, nicht mit einer Mitarbeiterin von Wilhelm Böhm. Der Knall eines Champagnerkorkens holte ihn in die Gegenwart zurück und er fuhr fort, die Tische systematisch nach bekannten Gesichtern abzutasten. Er wußte nicht genau wen oder was er hier eigentlich suchte, er wußte nur, daß die Muskelprotzrussen im Café Berlin verkehrten und daß sie Kardakow kannten. Insgeheim hoffte er irgendeinen aus der Truppe wiederzusehen, die ihm im Kakadu aufgefallen war, den blonden Jüngling zum Beispiel. Mit etwas Glück ohne die Begleitung der Muskelpakete, dann würde er etwas gesprächiger sein, trotz der Sprachbarriere. Dafür würde Rat schon sorgen. Die Russen mussten sich ihre Aufenthaltserlaubnis regelmäßig verlängern lassen, denen konnte man als Polizist gehörigen Ärger machen. Als er den ganzen Saal mit Blicken abgetastet hatte, steuerte Rat die Cocktailbar an. Er fand einen freien Barhocker zwischen einem mageren Jüngling und einer aufgetakelten Blondine und setzte sich. Nachdem er einen Americano bestellt hatte, zog er ein Foto aus der Tasche und betrachtete es. Vielleicht sollte er es doch nochmal auf die direkte Tour versuchen, überlegte er, während er den Barmann beobachtete, der Campari mit Martini mixte. Alexei Kardakov schaute ernst und verträumt an die Decke, als Rad das Foto auf den Tresen legte. Noch während er auf seinen Drink wartete, registrierte er eine Bewegung im Augenwinkel. Der dünne Mann neben ihm war ein wenig zu hektisch von seinem Hocker aufgestanden. Rad drehte instinktiv den Kopf zur Seite und kaum hatte er seinen Nebenmann im Visier, rannte der auch schon los, gehetzter Blick, eingefallene Wangen. Der Mann rempelte eine elegante Dame an, schlug ihr das Champagnerglas aus der Hand und drängte sie gegen ihren Begleiter. Beide stürzten zu Boden, die Frau schrie auf. Rat steckte das Bild ein und lief ihm nach, Richtung Treppen, mit einem Satz über das gestürzte Paar springend. Der Barmann schaute ihm verwundert hinterher, den bestellten Cocktail in der Hand. Der Mann rannte zu den Toiletten. Rat kannte sich aus. Aus diesem Laden hatten sie vor zwei Wochen ein paar Zuhälter samt Nutten vertrieben, die in dem gerade neu eröffneten Café Berlin die Geschäftsaussichten hatten sondieren wollen. Ob der Dünne einer von denen war und ihn jetzt wiedererkannte? Wer es auch sein mochte, er saß in der Falle, aus den Toiletten konnte er nicht mehr entkommen. Dann hörte Rat ein paar Frauen kreischen und schimpfen, dazwischen einen anzüglichen Witz, der Dünne kannte sich ebenfalls aus. Von der Damentoilette führte ein Fenster auf den Hof, Rat nahm den Weg durchs Büro, von dort gelangte man noch schneller nach draußen, weil man sich nicht erst durch ein enges Fenster zwängen musste. Durch einen kleinen Vorraum noch, dann hatte er den Hinterausgang erreicht. Vorsichtig öffnete er die Tür, nichts zu sehen. Er trat wieder in den Gang, ließ die Tür leicht angelehnt und wartete. Hier musste der Kerl vorbei, wenn er auf die Straße wollte. Durch den Spalt sah Rat den Dünnen, er stieß die schwere Eisentür auf, gerade als der Mann vorbeilief. Ein lauter Knall, Poltern, er trat auf den Hof und zog den Kerl nach oben. Der Mann sah etwas benommen aus, Rotz und Blut liefen aus seiner Nase, langsam kam er wieder zu sich. Rat zeigte ihm die Marke. Erschreckter Blick, wie ein Reh vor einem Autoscheinwerfer, große, hektisch flackernde Augen, Koks, ich wusste doch gleich, du bist ein Bulle. Was willst du von mir? Sein Zahnfleisch blutete auch. Bis auf das rollende R deutete nichts an seiner Aussprache darauf hin, dass er Russe war. Rat packte ihn am Kragen und schnauzte ihn an. Als Polizist durfte man keine Schwäche zeigen. Und in dieser Stadt wurde auch Freundlichkeit als Schwäche ausgelegt. So viel hatte er schon gelernt. Von mir aus kannst du koksen, bis dir die Nase abfällt. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Solange du mir sagst, was ich wissen will, mache ich dir deswegen keinen Ärger. Und was willst du wissen? Er hielt dem Russen das Foto von Kardakov unter die Nase, die andere Hand blieb am Kragen. Kennst du den? Der Russe zögerte, Rat wurde sauer. Hör mal, Brüderchen, bislang habe ich es auf die freundliche Art mit dir versucht. Glaub mir, ich kann auch anders. Also mach mir nichts vor, du kennst den Mann. Na und? Nur weil ich jemanden kenne, der beim Zigarettenverkaufen lispelt, heißt das nicht, dass ich selbst auch ein Schneemann bin. Rat wurde hellhörig. Sein Vormieter hatte mit Kokain gehandelt. Ein Grund mehr, nach ihm zu suchen. Vielleicht sollte er mal bei den Drogenfahndern vorbeischauen. Erzähl mir nicht, dass du das Zeug nur schnupfst, fuhr er den Rossen an. Aber das ist mir im Moment auch egal. Ich bin hinter ihm her. Er hielt dem Dünnen das Foto dicht vor die Augen. Also erzähl ein bisschen was, dann lass ich dich in Ruhe. Ihr Bullen wisst ja gar nicht, wie schwierig es ist, in dieser Stadt Geld zu verdienen. Eine Ladung Blut und Spucke landete auf dem Asphalt. Wenn Alexei nicht müsste, würde er das auch nicht tun. Das große Geld verdienen ja sowieso andere. Aber die lasst ihr gewähren. Und die feine Gesellschaft, die das Zeug nimmt, auch. Wenn einer aber ein Russe ist, dann kriegt er Ärger. Dann schmeißt ihr einen sogar aus dem Land, selbst wenn in Russland die Bolschewiken hinter einem her sind. Wenn du willst, dass wir deinen Personalausweis nochmal verlängern, solltest du ein wenig kooperativer sein. Rat fischte das gelbe Dokument aus der Jacke des Russen und steckte es ein. Du bekommst ihn wieder, wenn ich mit deinen Antworten zufrieden bin. Also, wo ist Kardakov? <laughs> ihr, ihr habt ihn also noch gar nicht? Der Russe lachte, die Augen wurden kleiner. Das hätte ich mir denken sollen. So schnell kriegt man Alexei nicht. Und wie seid ihr an das Foto gekommen? Hat seine Sängerfreundin die Nerven verloren? Lana Nikoros, Delphi-Palast. Wenn hier einer gleich die Nerven verliert, dann bin ich das, sagte Rat, zog den Russen am Kragen hoch und wuchtete ihn gegen die Wand. Der Kerl war federleicht. Und glaub mir, das wünschst du dir nicht. Das wünschst du dir bestimmt nicht. Rat hörte seine Stimme, als spreche da ein anderer. Er mußte an Brunos Auftritt auf dem Gerüst denken und erschrak ein wenig über sich selbst. Hatte er die Lektion des Kollegen schon gelernt? Jedenfalls schien die harte Tour Wirkung zu zeigen. Schon gut, reg dich nicht so auf! Der Russe hob beschwichtigend die Hände. Aber sag keinem, dass du mit mir gesprochen hast. Ihr wisst ja sowieso schon, dass er sich etwas dazu verdient. Und wo finde ich ihn? Keine Ahnung. Mal hier und mal dort. Hab ihn seit über einer Woche nicht gesehen. Gehen Gerüchte um, ihr hättet ihn Hobbs genommen. Ich glaub dir kein Wort. Frag doch die Schwuchteln im Eldorado, die sind schon ganz nervös, weil ihre Koksquelle versiegt. Rat kannte den Laden, etwas für die, die es prickelnd fanden, nicht zu wissen, ob sie gerade mit Männlein oder Weiblein übers Tanzparkett schoben. Mindestens die Hälfte der Frauen im Eldorado waren gar keine. Dienstlich hatten sie mal reingeschaut, aber ohne den Betrieb an der Lutherstraße groß zu stören. Rat ahnte, dass Bruno auch dort seine Informanten sitzen hatte. Verkauft Kaderkauf da auch noch anderes als Koks? fragte er den dünnen Russen. Vielleicht war er ja einem Mord in der Schwulenszene auf der Spur, Mord aus Eifersucht oder so. Und der Tote aus dem Kanal war der Liebhaber seines Vormieters gewesen, obwohl Boris bei seinem nächtlichen Besuch in der Nürnberger Straße nicht gerade einen verliebten Eindruck gemacht hatte. Da gibt bestimmt einige, die würden gerne mal ran an Alexei, aber der lässt sie alle ablitzen. Sie mögen ihn trotzdem. Deswegen vermissen Sie ihn ja so. Die Typen, die sonst noch Schnee anbieten in der Lutherstraße, die sind nur halb so süß. Rat schaute auf die Uhr, kurz nach zwölf. Im Eldorado würde die Party gerade erst beginnen. Er ließ den Russen stehen und machte sich auf den Weg zum Taxistand in der Hardenbergstraße. Hey, was ist mit meinem Ausweis? rief der Russe ihm nach und stopfte sich das Hemd zurück in die Hose. Den bekommst du, wenn ich Kardakov gefunden habe. Und wenn einer von euch Bullen den in der Zwischenzeit sehen will, soll ich den dann etwa zu dir schicken? Sieh einfach zu, dass du nicht auffällst. Hallo, Schätzchen. Das wasserstoffblonde Rasseweib hinter der Theke nannte sich Gloria, hieß aber eigentlich Gustav. Ihre knallroten Lippen formten einen Kussmund. »Schick siehst du aus«, sagte sie. »Heute Solo? Wo steckt denn Bruno? Und euer blondes Jungchen?« Die Tanzfläche des Eldorado füllte sich bereits, die Kapelle spielte schmissige Tanzmusik. Der blaue Dunst ungezählter Zigaretten hing in dem plüschigen, von Goldtönen dominierten Raum. Rat lehnte an der Bar und hatte sich gerade eine Oberstolz in den Mundwinkel gesteckt, um seinen Teil zu der verräucherten Atmosphäre beizutragen. Hm. »Wir sind doch nicht verheiratet«, nuschelte er beim Anzünden. »Man kann ja noch werden.« Er durfte hier nicht allzu sehr auf den Putz hauen, das war Brunos Revier. Er war der Neue, er musste aufpassen. Dass er hier auf eigene Rechnung ermittelte, verstieß gegen jede Dienstvorschrift, noch mehr, dass er Informationen zurückhielt. »Gloria, Schatz«, er versuchte es mit etwas mehr Charme und lehnte sich lächelnd an die Theke. Ja. Sie ließ sich beim Bierzapfen nicht stören. Ihre langen Fingernägel wirkten wie Raubtierkrallen, als sie das Glas einem Mann hinstellte, der stark angeheitert ein »Dange, meine Gütze« sechselte und sie verliebt anschaute. Ein Tourist, der offensichtlich keine Ahnung hatte, dass er mit einem Mann sprach. Gloria ließ ihn stehen und kam zurück an rats Platz, ihre Halsketten strichen über seinen Handrücken, als sie sich zu ihm beugte. Schön, dass du dich mal wieder hier sehen lässt. Gut aussehende Bullen gibt es ja nicht allzu viele. Er hielt ihr seine Zigarettenschachtel hin. Lust auf eine Zigarettenpause? Sie griff zu mit ihren Raubtierkrallen. Immer, wenn du was mit mir trinkst. Kurz darauf standen zwei Gläser und eine Flasche Whisky vor ihnen auf einem Tisch, weit genug entfernt von der Musikkapelle, dass man sich unterhalten konnte. Gloria hatte großzügig eingeschenkt. Also dann rück mal raus mit der Sprache, sagte sie. Warum bietet mir ein Bulle eine Zigarette an und gibt mir einen aus? Doch sicher nicht wegen meiner schönen blauen Augen. Sie klapperte mit den falschen Wimpern. Du hast es erfasst, meine Liebe. Er prostete ihr zu. Sie tranken. Obwohl du wirklich schöne Augen hast? Er zeigte ihr das Foto. Der... Er muss hier öfter auftauchen. Sie schaute sich das weiche Gesicht Kardakows an und zog an der Zigarette. Sie blies den Rauch durch die Nase und nickte. Stimmt. Ein Russe, nicht wahr? Ein hübscher Kerl. Ihr habt ihn doch hoffentlich nicht weggesperrt. Das wäre zu schade. Keine Angst. Im Moment suche ich ihn nur, weil ich etwas über einen seiner Freunde in Erfahrung bringen will. Er hat nichts auf dem Kerbholz? Wenn man davon absieht, dass er mit Kokain handelt? Ach, das ist es. Ihre Stimme wurde kälter. Sie schaute erst ihn an und dann das Foto. Er spürte, dass sie eine Falle witterte. Nein, verstehe mich nicht falsch. Das interessiert mich überhaupt nicht. Nur insofern, dass ich ihn darüber vielleicht finden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier Schnee verkauft. Der Chef duldet sowas nicht. Kann aber sein, dass er hier Kundschaft findet, oder? Sie zuckte mit den Schultern und goß die Gläser noch einmal voll. Dabei beugte sie sich nahe zu ihm. Was ich dir jetzt erzähle, das erzähle ich dir nur, weil das ohnehin jeder Bulle in Berlin weiß. Betrachte es als eine Art Nachhilfe für Provinzbullen. Okay. Wenn du, Bruno, nicht verrätst, dass ich Nachhilfe brauche? Sie lachte. Also, pass auf. Wenn hier einer in der Stadt Kokain verkauft, dann kannst du davon ausgehen, dass Dr. Mabuse seine Finger im Spiel hat. Der aus dem Kino? Was soll denn der Blödsinn, Dr. Mabuse? Nenn ihn bloß nicht so. Er heißt eigentlich Johann Marloff. Und frage mich nicht, woher er seinen Doktortitel hat. Wahrscheinlich gekauft. Wie er auch euch Bullen einkauft. Ganz gleich in welche schmutzigen Geschäfte er verwickelt ist. Seine Weste bleibt immer sauber. Der kennt Plötzensee nur von außen wenn er da vor dem großen tor wartet um einen seiner männer abzuholen und was willst du mir damit sagen dein freund hier sie zeigte auf das foto der wird nicht nur von euch bullen vermisst auch dr m hat sehnsucht nach ihm und lässt ihn suchen ein paar männer von der berolina waren schon hier vor ein paar tagen hatten ein ganz ähnliches foto die berolina rat pfiff leise durch die zähne die Berolina war einer der ältesten Ringvereine Berlins, da galt der Ehrenkodex noch etwas, Mord war tabu. Über Schlägertruppen und Zuhälterbanden wie Norden oder Immertreu, die beiden Ringvereine, die der Polizeipräsident nach dem Blutbad in der Breslauer Straße verboten hatte, rümpfte man bei der Berolina nur die Nase. Marloff ist also Vorsitzender eines Ringvereins, sagte Rath. Sprich den Namen nicht zu laut aus. Sie schaute sich um. Nein, Dr. M. gehört zu keinem Ringverein, dazu ist er viel zu schlau. Die Berolina wird immer noch vom roten Hugo geleitet, nur daß der rote Hugo tut, was Dr. M. ihm sagt. So macht die Berolina bessere Geschäfte und Dr. M. sich nicht die Finger schmutzig. Gloria nahm einen letzten Zug und drückte die Zigarette aus. So, sagte sie und stand auf. Die Arbeit ruft. Warte. Sie beugte sich noch einmal zu ihm, ihre Halsketten klimperten, er steckte ihr einen Fünfmarkschein zu. Eine Frage noch. Er flüsterte fast. Wie finde ich Dr. M. Den findest du nicht. Der findet dich. Sie steckte das Geld an ihr Strumpfband. Aber wenn ich dir einen Tipp geben darf, geh mal ins Varieté. Das Plaza am Küstriner Platz hat vor wenigen Wochen erst neu eröffnet. Die sollen ein tolles Programm haben. Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Als sie sich mit wogenden Hüften ihren Weg durch die Menge zurück zur Theke bahnte, schauten ihr die meisten Männer im Saal hinterher, auch einige Frauen, die wie Männer gekleidet waren. Rat sah ihr nach, bis sie die Theke erreicht hatte, dann kippte er den Rest seines Glases in einem Zug hinunter. Sie hatte wirklich eine gute Figur. Erst recht, wenn man bedachte, daß sie Gustav hieß. Ich verstehe gar nicht, was mit ihr los ist. In all den Jahren, die ich hier wohne, ist sowas noch nie vorgekommen. Und jetzt? Schon das zweite Mal innerhalb einer Woche. Weinert hantierte umständlich mit Kaffeekanne und Porzellanfilter. Es dauerte einen Moment, bis er den Filter auf die Kanne gesetzt hatte. Keiner von ihnen hatte viel Übung mit so etwas. Normalerweise war ihre Zimmerwirtin dafür zuständig. Normalerweise zog der frische Kaffeeduft schon durch die Wohnung, wenn sie morgens aufstanden. Doch heute Morgen hatte nur Weinert in der Küche gesessen, als Rat seinen müden, verkaterten Kopf durch die Tür gesteckt hatte. Nun saß er am Küchentisch und kurbelte an der Kaffeemühle, während Weinert den Wasserkessel auf den Herd stellte. Sie wird krank sein, verteidigte Rat die Zimmerwirtin, obwohl er es besser wusste. Er hatte den Journalisten seit Tagen nicht gesehen. Während der maiunruhen war er fast ständig unterwegs gewesen. Doch ausgerechnet heute musste er wieder am Frühstückstisch sitzen. Krank? Ha, gesoffen hat sie, jede Wette. Hier riecht's auch wie in der Kneipe. Unser Einer soll leben wie ein Mönch und die liebe Frau Behnke macht sich einen feuchtfröhlichen Abend. Der Geruch schweren, süßen Likörs stand tatsächlich noch in der Luft. »Ach, so was ist doch nur menschlich, wir sollten uns nicht so aufregen,« sagte Rat. Er stand auf und kippte das Kaffeemehl in die Filtertüte. »Stell dir vor, unsere Zimmerwirtin wäre unfehlbar, nicht auszudenken.« Eigentlich war er froh, daß sie nicht aus dem Bett kam. Als er gestern gegen drei in die Nürnberger Straße zurückgekehrt war, hatte Elisabeth Behnke auf ihn gewartet. Kaum hatte er die Wohnungstür geöffnet, hatte sie im Flur gestanden, diesmal keine Stola über das blaue Nachthemd geworfen. Sie musste sich am Türpfosten abstützen und schaute ihn vorwurfsvoll an. Was sie ihm sagen wollte, verstand er kaum, sie lallte nur noch. Obwohl er dem Whisky im Eldorado reichlich zugesprochen hatte, fühlte er sich fast nüchtern. Als er näher trat, fiel sie ihm in die Arme. Er wußte noch, daß er sie in ihr Bett gebracht hatte und sie ihn in so etwas Ähnliches wie einen Ringkampf verwickeln wollte. Irgendwie hatte er es geschafft, sich von ihr zu lösen. Kurz darauf war sie eingeschlafen. Er hatte sie zugedeckt und noch einen Moment angeschaut. Als er endlich in seinem eigenen Bett lag, hatte der Wecker halb fünf angezeigt. Er hatte es dem kleinen Zeiger angesehen, wie er darauf gierte, einzurasten und die Glocke auszulösen. Bis acht Uhr hatte er sich noch etwas schlaf gegönnt, zu wenig, um richtig fit zu werden, genug, um sein heutiges Tagesprogramm durchziehen zu können. Der Wasserkessel ließ ein stetig lauter werdendes, schrilles Pfeifen hören. Klar hast du Verständnis? Weinert grinste und nahm den Kessel vom Herd. Hast es gestern wohl selbst ein wenig übertrieben. Angenehme Düfte zogen durch die Küche, als das kochend heiße Wasser das Kaffeemehl im Filter erreichte. Allein der Geruch ließ die Lebensgeister zurückkehren, Rath atmete genussvoll ein. Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör, deklamierte er. Na, da muss die Behnke aber ein sorgenreiches Leben haben, stellte Weinert fest, als er den Kaffee in die zwei bereitgestellten Tassen goss. Rath zog es vor zu schweigen, er nahm die heiße Tasse vorsichtig in beide Hände und pustete. Weinert setzte sich zu ihm an den Tisch und faltete die Sonntagszeitung auseinander, die Unruhen beherrschten auch heute die Seite 1. Da haben euch die Sozis ja ganz schön in die Scheiße geritten, was? sagte er beiläufig, ohne von seiner Lektüre aufzublicken. Wie? Na, der Einsatz gegen die Maidemonstranten. Findest du nicht, dass er ein wenig heftig ausgefallen ist? Über 20 Tote, jede Menge Verletzte und einige schweben noch in Lebensgefahr. Er las vor. Wir können uns auch heute des Eindrucks noch nicht erwehren, als ob die Maßnahmen des Sozialdemokraten Zörrgiebel, vor allem sein Demonstrationsverbot, in erster Linie parteipolitischen Motiven entstammten. Hast du das geschrieben? Drei Tage ging es in einigen Arbeitervierteln zu wie im Bürgerkrieg. Und das nur, weil euer Polizeipräsident den Kommunisten zeigen wollte, wer im Roten Berlin das Sagen hat. Ein kleiner Machtkampf zwischen staatstragenden und staatsfeindlichen Roten, für den er den Polizeiapparat missbraucht hat, und Tote in Kauf genommen. Rath befürchtete, dass der Journalist mit seiner Interpretation gar nicht so falsch lag, doch er zuckte mit den Schultern. Hm, von Politik verstehe ich nichts. Aber es ist nun mal Aufgabe der Polizei, die Ruhe auf den Straßen wiederherzustellen. Ach, erzähl mir nichts, ich war beruflich auf den Straßen unterwegs in den letzten Tagen und die Ruhe habt ihr dort nicht wiederhergestellt. Im Gegenteil, ihr habt das Ganze doch erst eskalieren lassen. Die Roten wären doch nach einer Stunde wieder nach Hause gegangen, wenn ihr sie in Ruhe hättet gewähren lassen. Es gab Barrikaden und Plünderungen, Schießereien. Es gibt immer Leute, die solche gesetzlosen Situationen ausnutzen, Schaufenster einwerfen, Geschäfte plündern und sonst wie die Sau rauslassen. Aber ich habe keinen einzigen kommunistischen Heckenschützen gesehen, nur schießende Polizisten, die jeden Moment damit rechneten, von der Rotfront aufs Korn genommen zu werden, ergänzte Rath. Der Rotfrontkämpferbund ist bewaffnet. Nun zuckte Weinert mit den Schultern. Natürlich sind die Kommunisten mit ihrem großmäuligen Gehabe nicht ganz unschuldig an der allgemeinen Hysterie. Auch jetzt noch hauen die auf den Putz. Die schlachten jeden Toten für ihre Propaganda aus, obwohl so gut wie keine Kommunisten darunter sind. Mittwoch sollen drei Mai-Opfer in Friedrichsfelde beigesetzt werden. An ihren Gräbern will Ernst Hellmann persönlich reden. Die machen aus unschuldigen Opfern Märtyrer, tun so, als stünde die Revolution kurz bevor. <laughs> Alles absoluter Blödsinn, wenn du mich fragst. Und eurem lieben Zörgibel arbeiten diese Idioten damit sogar noch in die Hände. Wenn die Kommunisten Revolution machen wollten, dann war der harte Polizeieinsatz ja richtig. Aber der letzte Tote war kein Kommunist. Das war ein ahnungsloser Kollege, der für den Daily Express gearbeitet hat und der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Dagegen haben die vielen Journalisten, die von Polizeiknüppeln aus den Unruhegebieten herausgeprügelt wurden, ja geradezu Glück gehabt. Oder der Kollege von der Vossischen Zeitung, der mit einem Beinschuss davongekommen ist. Rath sagte nichts. Er musste an die beiden toten Frauen denken. Und das schlechte Gewissen eures Polizeipräsidenten siehst du hier. Weinert zeigte ihm die Nachrichten auf Seite 4. Das Bild des toten Boris hatten sie auch heute wieder veröffentlicht. Nach der ganzen Polizeigewalt gegen uns und der Verschleierungstaktik des Polizeipräsidenten in Sachen Mai-Unruhen war es kaum zu glauben, wie pressefreundlich die Polizei sich bei diesem Fall gegeben hat, wie sehr man uns den ans Herz gelegt hat. Kein Wunder dieser tote kommt dem präsidium gerade zur rechten zeit das zeitungspapier raschelte als weinert mit der flachen hand auf das porträtfoto schlug diese leiche ist perfekt ihr tod hat mit den unruhen nichts zu tun und seine umstände sind so schön mysteriös und gruselig zerquetschte hände und füße ah ja, das wird berlin jetzt noch ein paar tage unterhalten und wenn die helden der mordkommission den täter präsentieren dann steht die polizei wieder da wie persil am himmel weiß und strahlend die Presse feiert sie, ganz Berlin feiert sie, und kein Mensch denkt mehr an die blutigen Maitage. Rat nickte, ganz in seine eigenen Gedanken versunken. Weihnachtstheorie klang irgendwie einleuchtend. Nur dass noch abzuwarten wäre, wer in dieser Geschichte der Held sein würde. Sag mir nicht, du würdest diese Geschichte nicht schreiben, sagte er. Wenn du exklusive Informationen über eine Mordermittlung hättest. Eine Mordermittlung, die ganz Berlin interessiert. Würdest du dann nichts schreiben, nur weil deine Geschichte dem Polizeipräsidenten nützt? Weinert lächelte und ließ seine Zähne sehen. Er sah aus wie ein Haifisch mit Kaffeetasse. Ich freue mich immer über exklusive Informationen, sagte er. Gut zu wissen. Rat stellte seine leere Kaffeetasse auf den Tisch und stand auf. Ach übrigens, ich habe dir doch neulich einen Zehner geliehen. Bekommst du morgen zurück, versprochen. Ich hatte in den vergangenen Tagen einfach keine Zeit, zur Bank zu gehen. Weinert wirkte tatsächlich ein wenig verlegen. Offene Schulden waren manchmal eine gute Sache. Rat nutzte die Gelegenheit. Vielleicht kannst du mir heute auch einen Gefallen tun, sagte er beiläufig. Jederzeit. Weinert klang erleichtert. Er hatte die Falle nicht bemerkt. Ich könnte deinen Wagen für ein paar Stunden gebrauchen. Weinert lachte laut auf. Eins zu null, sagte er und zwinkerte Rat zu. Bis vier kannst du ihn haben, dann brauche ich ihn selbst. Er wedelte mit dem Schlüssel, aber sei pünktlich, ich bin verabredet. Ohne Auto komme ich mir da nackt vor. Der sandfarbene Sportwagen des Journalisten stand direkt vor der Tür, gebraucht, aber elegant. Ein amerikanisches Modell, ein zweisitziger Buick. Ein Wagen, mit dem man Frauen beeindrucken konnte. Rat wollte niemanden beeindrucken. Er brauchte nur einen fahrbaren Untersatz. Für sein heutiges Tagesprogramm konnte er ein Auto gut gebrauchen. Und wenn Weiner dachte, er fahre mit einem Mädchen ins Grüne, umso besser. Der Delphi-Palast lag direkt neben dem Theater des Westens und wirkte wie ein Urwaldtempel, der sich nach Charlottenburg verirrt hatte. Im Vorgarten wuchsen tatsächlich Palmen. An der Fassade, dort, wo sonst die Programmattraktionen beworben wurden, verkündete ein großes Transparent, dass der Delphi-Palast vorübergehend geschlossen sei. Rat hatte den Wagen in der Kantstraße geparkt, direkt vor dem Tor, und stieg langsam die Treppe zum Vorgarten empor. Er war ein wenig enttäuscht. Eigentlich hatte er erwartet, das aktuelle Programm irgendwo angeschlagen zu finden, um nachschauen zu können, wann Lana Nikoros ihren nächsten Auftritt hatte. Aber das Delphi wirkte wie ausgestorben. Die Pflanzen, die den Weg zum Hauptportal flankierten, machten einen jämmerlichen Eindruck. Ein paar exotisch anmutende Korbstühle, lieblos aufeinandergestapelt und vom Wetter gezeichnet, standen in der Gartenecke und schimmelten vor sich hin. Zum Eingang führten gleich zwei Freitreppen hinauf. Wenn Sie einer von Schneidsleuten sind, verlassen Sie besser das Grundstück! Eine scharfe Stimme zerschnitt die Luft. Sie wollen doch nicht, dass ich die Polizei hole! Rat blickte sich um. Von der Fasanenstraße her kam ein Mann auf ihn zugerannt. Ich bin die Polizei. Der Mann verlangsamte seinen Schritt. Er war so elegant gekleidet, als sei er zum Tanzen verabredet. Tatsächlich, fragte er, als er herangekommen war, Baupolizei Charlottenburg? Nein, Rat zeigte ihm seine Blechmarke. Kriminalpolizei Berlin. Wenn Herr Schneid Sie gerufen hat, können Sie sofort wieder gehen. Der Mann hat hier nichts mehr zu sagen. Es ist unser gutes Recht, ihm Wasser und Strom abzustellen. Ich kenne keinen Herrn Schneid, aber vielleicht wären Sie so nett und teilen mir Ihren Namen mit. Äh, Entschuldigung. Er streckte die Hand aus. Felten. Ich bin der Sekretär vom Herrn Seering. Äh, wer? Sie scheinen aber ziemlich wenig Leute zu kennen. Herr Sering ist Architekt, Besitzer und Erbauer des Delphi-Palastes. Darf ich Sie fragen, was sie zu uns führt? Rat zog das Programmheft aus der Tasche. Eine Sängerin, Lana Nikoros. Felten nahm das Heft und warf einen Blick auf das Foto. Oh ja, die ist hier mal aufgetreten, eine von Schneids Künstlerinnen. Er gab ihm das Programmheft zurück. Aber hier werden bald andere Pächter einziehen, und dann wird es auch ein anderes Programm geben. Das Programm ist mir ziemlich gleichgültig. Ich muss diese Frau sprechen. Ich ermittle in einem Kriminalfall. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Wo finde ich denn Herrn Schneid? Der Mann zuckte mit den Schultern. In seinem alten Büro im Delphi jedenfalls nicht. Gegen ihn läuft ein Konkursverfahren. Er klimperte mit einem Schlüsselbund. Die Schlüssel habe ich. Vielleicht können Sie mich in sein Büro führen. Rat fühlte sich etwas unwohl, als er Felten durch den riesigen Saal folgte, der tatsächlich wie ein Palast wirkte, üppig und schwülstig dekoriert. Eine leichte Staubschicht hatte sich auf die Pracht gelegt, kaum wahrnehmbar, aber den Eindruck von Verfall vermittelnd. Felten schien seine Gedanken erraten zu haben. »Bald werden wir wieder Leben in der Bude haben«, sagte er und deutete auf ein Gerüst an der Längswand. »Die Arbeiten haben schon begonnen.« Sie kamen an einer unauffälligen Tür vorbei, die einen Spalt weit offen stand. Mit einer beiläufigen Handbewegung schlug Felten sie zu. »Wo geht's da hin?« fragte Rat. »Nur die Kellertreppe. Schneid hat sein Büro oben«, sagte Felten und verbesserte sich gleich. »Er, er hatte.« er führte ihn nach rechts und dann eine Treppe hinauf. Vor einer schweren, dunklen Tür blieben sie stehen. Felten suchte nach dem passenden Schlüssel. Sie können hier einfach rein und raus? Rat wunderte sich. Kein Problem. Felten grinste und schloss auf. Der Konkursverwalter ist ein alter Studienfreund von Herrn Sehring. Im Büro war es dunkel. Kein Strom entschuldigte sich Felten. Er griff zielsicher in einen Wandschrank, holte eine Kerze heraus und zündete sie an. Gelbes Licht flackerte über einen schweren, dunklen Schreibtisch und einen Lederstuhl. Rat hatte die Künstlerkartei schnell gefunden. Jede Menge Musiker waren dort vermerkt, Sänger, Sängerinnen und Tanzartisten. Mit Adressen, Künstlernamen, besonderen Fähigkeiten und der Höhe der ausgehandelten Gage, aber keine Lana Nikoros in einer schreibtischschublade lagen noch die visitenkarten von josef schneid rat steckte eine ein felten passte auf daß alles wieder an seinen platz kam bevor er abschloß dann begleitete er rat nach draußen sie sollten mal kommen wenn wir wieder eröffnen das lohnt sich bestimmt sagte er und fügte schnell hinzu ich meine natürlich als privatmann rat war froh den mann losgeworden zu sein auch als privatmann er stieg wieder in den Wagen und schaute sich die Visitenkarte an. Neben der Geschäftsadresse Kannstraße war dort auch die Privatadresse von Josef Schneid angegeben. Nach dem langen kalten Winter schien der Mai endlich angenehmere Temperaturen zu bringen. Rad fuhr mit offenem Verdeck durch die Budapester Straße und ließ sich den Wind um die Nase wehen. Die ersten Bäume im Tiergarten trugen wieder zartes Grün. Der Frühling ließ sich nicht beirren von der grauen Stadt und ihren kalten Steinmassen. So ein Auto war schon eine feine Sache, allerdings nicht gerade billig. Er mußte Bruno mal fragen, wie der sich den fortleisten leisten konnte. Soweit Rat wußte, konnte er die dienstlichen Einsätze seines Privatwagens irgendwie steuerlich geltend machen. Es gab Kollegen, die Bruno den Luxus eines eigenen Autos mißgönnten. Einige munkelten, Emmy Wolter hätte Geld mit in die Ehe gebracht. Die Besoldung der Kriminalpolizei jedenfalls fiel eher bescheiden aus. Auch für einen Oberkommissar und für einen einfachen Kriminalkommissar erst recht. Und eine reiche Frau hatte Rat auch nicht an der Hand, aber immerhin einen Nachbarn mit Auto. Die Tiergartenstraße war eine gute Adresse, links das Grün des Parks, rechts Häuser mit protzigen Fassaden, der alte Westen. Seine große Zeit war vorbei, Heute bauten die, die es sich leisten konnten, ihre Villen weit draußen, im Grunewald. Rat achtete mehr auf die Hausnummern als auf den Stuck. Kurz vor dem Camperplatz parkte er den Buick unter einem Baum. Er musste ein paar Meter zurücklaufen, bis er an der richtigen Adresse war. Schneids Haus trug derart viel Stuck an der Fassade, dass es aussah, als müssten sich die Gipsengel dort oben prügeln, um ihren Platz nicht zu verlieren. Rat hatte Glück, der Hausherr war da. Ein Diener führte ihn in einen Salon, der der Fassade in nichts nachstand. Vom Pleitegeier war hier wenig zu spüren. Rat musste nicht lange warten, da erschien auch Josef Schneid persönlich, gestützt auf einen Stock, eine eindrucksvolle Gestalt im Hausmantel und mit einem altmodischen Bart. »Lana Nikoros. Natürlich kenne ich die. Die habe ich Fritz abgejagt.« Schade, dass wir vorübergehend schließen mussten. Ich fürchte, sie ist zu ihm zurückgekehrt. Aber genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Dieser Kleinkrieg, den Seering mir aufgezwungen hat, nimmt mich derzeit ganz in Anspruch. Fragen Sie mich nicht, wo meine Künstler sind. Die hat er alle vor die Tür gesetzt, ebenso das Personal. Den Konkurs hat er doch nur inszeniert, weil er mich loswerden will. Stehe seinem neuen Pächter im Weg. Fritz? Buschmann. Der betreibt mehrere Varietés in der Stadt und ein paar Tanzcafés. Sie sollten nur das Berliner Nachtleben genau studieren, dann werden Sie Lana schon finden. Schneid spielte am Silberknauf seines Spazierstocks. Haben Sie vielleicht eine Adresse für mich? Eine Adresse, nein. Ich habe sie zusammen mit der Kapelle bekommen und über die Kapelle habe ich sie auch bezahlt. Welche Kapelle? Russen. Aber die spielten einen Jazz, sage ich Ihnen, wie die Neger aus dem Kottenklapper. <laughs> Ilja Tretschkow heißt der Chef, ein Trompeter. Wenn Sie den finden, dann finden Sie auch Lana. Dann ist sie also Russin? Ja, was dachten Sie denn? Rat schaute auf die Uhr, als er wieder auf der Straße stand. Er hatte noch Zeit. Wenn er nun schon einmal mit dem Auto unterwegs war, wollte er das auch nutzen. Erst gut eine Stunde später stellte er den Buick im Lichthof des Polizeipräsidiums ab. Er hatte eine Menge Kilometer verfahren, doch mehr als eine Spritztour durch Berlin war dabei eigentlich nicht herausgekommen. Zuerst war er noch einmal an der Möckernbrücke gewesen und langsam am Tempelhofer Ufer entlanggefahren, ohne genau zu wissen, was er dort suchte. Insgeheim hatte er wohl gehofft, Kardakov dort zufällig zu sehen. Aber unter den Sonntagsspaziergängern, die sich die Unfallstelle interessiert anschauten, entdeckte er kein bekanntes Gesicht, nicht mal eines aus der Burg. Nicht mehr lange, dann war das hier kein Tatort mehr, dann war das nur noch eine kaputte Stelle in der Uferbegrenzung, deren Reparatur die Stadtverwaltung möglichst lange vor sich herschieben würde. Und dann war er in den Osten gefahren, über die Schillingbrücke mitten ins Stralauer Viertel, ins Zentrum von Friedrichshain er hatte es nicht gewagt am Küstriner platz auszusteigen das war keine gegend in der man einen sandfarbenen amerikanischen sportwagen einfach so parkte und dann erwarten konnte ihn bei der rückkehr heil wieder vorzufinden oder überhaupt wieder vorzufinden das viertel rund um den schlesischen bahnhof gehörte zu den verrufensten der stadt Schupos trauten sich nur in kleinen gruppen stärker auf die straße und die kriminalen versuchten möglichst nicht als solche aufzufallen das Viertel war fest in der Hand des Verbrechens, die Polizei konnte da nicht viel ausrichten, sie überließ es den Ringvereinen, eine gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten. Das Plaza war einmal ein Bahnhof gewesen, doch Züge hatten hier schon über 40 Jahre nicht mehr gehalten, seitdem wurden die alten Gebäude des früheren Ostbahnhofs als Lager genutzt bis Jules Marx die große Bahnhofshalle am Köstriner Platz zu einem Varieté umbaute, das fast 3000 Zuschauer fasste. Erst Anfang des Jahres hatte es eröffnet. Rath hatte zunächst die Längsseite des großen Gebäudes erkundet. Die Straße hieß immer noch Am Ostbahnhof. Offensichtlich war nur der vordere Teil zum Varieté umgebaut worden. Dort hinten gab es immer noch Lagerhallen, zum Teil reichlich runtergekommen. Dann war er langsam an der frisch renovierten Bahnhofsfassade entlanggefahren. Die großen Leuchtbuchstaben, die den Namen Plaza formten, waren noch ausgeschaltet. Bunte Plakate am Haupteingang versprachen ein Programm zum Thema Wilder Westen. Das entbehrte nicht einer gewissen Ironie, wie Rat fand. In Berlin war der Osten wilder als der Westen. Von Johann Marloff keine Spur. Den findest du nicht, der findet dich. Rat hatte an Glorias Worte denken müssen, er wusste ja nicht einmal, wie Dr. M. überhaupt aussah. Genau deswegen war er ins Präsidium gefahren und stiefelte jetzt die Treppen hoch. Ganz oben in der Burg residierte die Inspektion I. und dort saß der Erkennungsdienst, kurz ED genannt. Doch in der Verbrecherkartei war nichts über einen Johann Marloff zu finden. Weiße Weste. Der Mann hatte tatsächlich keine einzige Vorstrafe, keine einzige Aktennotiz. Er war nicht einmal bei Rot über den Potsdamer Platz gefahren. Dasselbe galt für Alexei Iwanowitsch Kardakow. Der hatte seinen Kokshandel bislang erfolgreich vor der Berliner Polizei verbergen können. Damit erübrigte sich auch der Besuch bei den Kollegen vom Rauschgiftdezernat. Rat ging gleich ins Erdgeschoss. Doch die Passbüros im Westflügel waren alle verschlossen. Sonntag, kein Publikumsverkehr. Aber soweit er wusste, wurde auch im Passamt sonntags gearbeitet, wenigstens mit kleiner Besetzung. Er klapperte alle Türen ab und hatte Glück. Als er um die Ecke bog und die Zwischentür zum Nordflügel öffnete, sah er einen grauhaarigen Beamten, der sich schon in seinen Mantel geworfen hatte. Der Alte wollte seine Bürotür gerade abschließen. Feierabend, sagte er, als Rat ihn ansprach. Ein Uhr. Ach na kommen Sie, die Kriminalpolizei arbeitet heute auch. Die Verbrecher halten sich nicht an Dienstzeiten. Ich muss auch noch ins Formularmagazin. Da können Sie ja. Ich brauche nur eine kleine Adressauskunft. Der Grauhaarige seufzte. Der Schlüssel drehte sich wieder in die andere Richtung. Na, dann hoffe ich aber, die Kripo tut mir auch mal eingefallen, wenn ich einen brauche. Der Mann führte ihn in ein ordentlich aufgeräumtes Büro und kramte ein Brillenetui aus seiner Manteltasche. Hinter einer niedrigen Holzschranke, die sonst die gewöhnlichen Bürger auf Distanz hielt, standen akkurat aufgereiht Schreibtische, Regale und Karteischränke. Für welche Inspektion arbeiten Sie denn? fragte der Beamte. Die E. Der Alte taxierte ihn kurz über die Lesebrille, die er gerade aufgesetzt hatte. Welcher Buchstabe? Rat hätte fast noch einmal E gesagt, bis ihm klar wurde, was der Mann meinte. K sagte er nur der beamte öffnete geräuschvoll einen rollschrank und im ganzen wort kardakov der mann hatte bereits eine schublade herausgezogen und fing an zu suchen alexei iwanowitsch kardakov ergänzte rat in der hoffnung dem passbeamten damit einen gefallen zu tun der hörte jedoch schlagartig mit seiner suche auf das hört sich aber nicht nach einem deutschen Namen an, sagte er. Nein, Kardakov ist Russe. Der Beamte verdrehte die Augen. Er schlug die Schublade wieder zu, schloss den Rollschrank und klimperte geräuschvoll mit dem Schlüsselbund. Hätten Sie das nicht gleich sagen können, fragte er, ohne eine Antwort zu erwarten, kommen Sie mit. Er führte Rat durch drei weitere Büros, die alle so aussahen wie das erste. »Zimmer 152, die Passstelle des Fremdenamtes«, sagte der Mann, als sie im vierten Büro angekommen waren. Den Rest kannte Rat bereits. Rollschrank, Schublade, suchen. Es dauerte gar nicht mal lange. Der Passbeamte zog eine Kartei aus der Schublade. Na, da haben wir ihn ja. Kardakov Alexei Ivanovich, geboren am 25. Juli 1896 in St. Petersburg, Russland, gemeldet in Berlin seit dem 15. Dezember 1920. Die Adresse brauche ich. Immer mit der Ruhe, junger Mann. Wieder ein vorwurfsvoller Blick über den Brillenrand. Gemeldet in Berlin seit dem 15. Dezember 1920, wiederholte der Mann mit einer Gemütsruhe, die Rat fast wahnsinnig machte. Das war genau der Typus des preußischen Beamten, den man bei der Polizei nicht gebrauchen konnte. Wohnhaft in der Nürnberger Straße. Nein, das ist seine alte Adresse. Lieber Herr Kommissar, warum behelligen Sie mich eigentlich, wenn Sie sowieso schon alles wissen? Entschuldigen Sie, aber der Mann ist vor einem Monat da ausgezogen. Der Beamte überflog das Blatt. Na, davon steht hier nichts. Kardakov hat seit gut drei Jahren diese Adresse. Er warf noch einen Blick auf das Papier. In äh, einer Woche muss er seinen gelben Personalausweis verlängern. Das müssen Ausländer jedes halbe Jahr. Äh, dann wird er seinen Umzug wohl bei dieser Gelegenheit angeben. Äh, vielleicht kommen Sie dann noch einmal wieder. Am 16. Mai könnte ich Ihnen mehr sagen. Vielen Dank. Sie waren mir eine große Hilfe, sagte Rat, so freundlich es ihm möglich war. Innerlich aber kochte er. Am liebsten hätte er den Alten gewirkt, dann fiel ihm etwas Besseres ein. Warten Sie, sagte er, der Beamte stand schon an der Tür. Warten Sie, einen Gefallen können Sie mir noch tun. Die Adresse einer Frau, Lana Nikoros. Der Beamte brummte, aber er gehorchte. Das hört sich ja auch nicht gerade deutsch an, sagte er. Nicht sehr ergiebig, sein Besuch in der Burg. Weder beim ED noch im Passamt hatte Rat irgendwelche Informationen erhalten, die ihn weiterbrachten. Eine Lana Nikoros war in Berlin nicht einmal gemeldet. Wenigstens wusste er nun, dass Kardakov bald seinen Ausweis verlängern lassen musste. Wenn er dann nicht erschienen stand, zumindest fest, dass der Russe wirklich abgetaucht war. Ginge es ihm nur darum, die letzte Miete nicht zu zahlen, würde er niemals das Risiko eingehen, als Ausländer ohne gültige Papiere in Deutschland herumzulaufen. Große weiße Buchstaben rissen Rat aus seinen Gedanken. Mordinspektion. Er starrte auf die gläserne Flügeltür. Irgendwie war er in die erste Etage geraten. Die Macht der Gewohnheit? Vor einer Woche hatte er schon einmal vor dieser Tür gestanden. Da hatte er sie zum ersten Mal gesehen. Heute lag der Gang menschenleer vor ihm. Schnell drehte er sich um und ging in den Trakt der Sittenpolizei. Fehlte noch, dass er Wilhelm Böhm über den Weg lief. Auch auf ihrem Gang war alles ruhig, kein Geräusch drang aus den Büros, keine Stimmen, kein Schreibmaschinenklappern. Ein Stockwerk höher bei den politischen herrschte immer noch Hochbetrieb. Die Mai-Einsätze hatten die Zellen des Polizeigefängnisses gefüllt. Doch in der Inspektion E arbeitete heute kein Mensch, ihr Büro wäre heute eine Oase der Ruhe inmitten der hektischen Stadt, eigentlich der richtige Platz zum Nachdenken. Die Tür war nicht abgeschlossen, er hatte mit einem menschenleeren Büro gerechnet, umso überraschter war er, einen Kollegen vorzufinden. Stefan! Frischling Jänke saß am Schreibtisch des Onkels, vertieft in einen Stapel Papiere. Beim Klang seines Namens schreckte er auf. Hallo Gerion! Jänicke wirkte genauso überrascht wie er. Mensch, lässt dir diese Bande auch keine Ruhe? Ich wollte mir noch einmal die Sachen über König anschauen, der Mann geht mir nicht aus dem Kopf. Ein biederer Fotograf und dann solche Sauereien. Die Akte König der IA? Die liegt in meinem Schreibtisch, die hab ich ausgegraben, nicht Bruno. Richtig. Jannecke stopfte die Papiere vom Schreibtisch zurück in Wolters Schublade und schloss sie. Na, da kann ich ja lange suchen. Rats Schreibtischschublade war noch ziemlich leer. Er hatte die Mappe, in der Königs politische Vorlieben vermerkt waren, schnell gefunden und warf sie Jäneke zu. Hier. Der Kollege war ein guter Fänger, spielte Handball, wie man sich erzählte. Danke. Der Blonde wanderte mit der Mappe zu seinem Schreibtisch. Und was treibt dich her an einem Sonntag? Gute Frage. Er hatte keine Lust, Begeisterung für den Pornofall zu heucheln und dann womöglich den Rest des Tages zusammen mit dem Frischling über den König Akten zu brüten. Und daß er einen Russen namens Kardakow suchte, das ging den Kleinen schon gar nichts an. Äh, die Langeweile, sagte er also. Ich habe kein Auto, das ich waschen könnte. Jähnicke lachte, eher pflichtschuldig. Rat hatte den höheren Dienstrang. Jetzt weiß ich auch, warum Bruno nicht hier ist. Der Blonde räusperte sich. Na, ich wollte auch nicht den ganzen Sonntag hier verbringen. Hertha spielt heute gegen Südstern. Kommst du mit? Ich dachte, du bist Handballer. Ich stand auch mal im Fußballtor, in der Jugend bei Viktoria Allenstein. Hab erst in Potsdam auf der Polizeischule mit Handball angefangen, auch als Torwart. Hertha gewinnt sowieso, meinte Rat. Die sind doch auf die Berliner Meisterschaft abonniert. Er tat so, als suche er etwas in seinem Schreibtisch. Ich bin auch gleich wieder weg. Ich wollte nur eben schauen. Ah, da ist sie ja. Er zog die Geldbörse aus der Schublade, die er vor drei Sekunden dort hatte hineinfallen lassen. Puh, er tat erleichtert. Und ich dachte schon, einer von den Taschendieben am Alex hätte sie mir abgeluchst. Hatte mich schon auf ein Wochenende ohne Geld eingestellt. Er steckte die Geldbörse wieder ein und ging zur Tür. So, wir sehen uns dann morgen. Zwei Tage hatten sie den Kollegen nicht zu Gesicht bekommen und ausgerechnet heute tauchte Jänicke wieder auf. Rat hatte das Gefühl, dass dem Frischling die unverhoffte Begegnung noch peinlicher gewesen war als ihm selbst. War ja auch nicht so ganz die feine Art, in fremden Schreibtischen rumzuwühlen. Ob Bruno davon wusste? Wahrscheinlich nicht. Rat beschloss, ihm auch nichts zu erzählen. So lange schwebte Jänecke in der Angst davor, er könnte es tun, konnte nicht schaden, wenn Jänecke sich zu der einen oder anderen Gefälligkeit verpflichtet fühlte. Im Treppenhaus merkte Rat, wie hungrig er war, erst halb zwei, er hatte noch genügend Zeit, hier etwas zu essen. Aber nicht in der Kantine, statt in den Lichthof ging er zum Ausgang Dirksenstraße, die Stadtbahnbögen wurden von ein paar dünnen Sonnenstrahlen beschienen, er musste den Hut festhalten, als er auf den Platz bog, der Wind pfiff heftig über den Alex. Auch am Sonntag herrschte dichtes Gewühl zwischen den Bauzäunen, ein Zeitschriftenhändler rief halbseidene Magazine aus, Stückpreis 20 Pfennige. Die Ehe, hochinteressant und pikant. Rath fragte sich, ob der Pornohändler, dem sie ihren Fahndungserfolg zu verdanken hatten, irgendwann wieder einmal hier auftauchen würde. Er drängte sich durch die Menge, quetschte sich an einem Brotwagen vor Aschinger vorbei und trat ein. Drinnen war es dunkel, aber angenehm warm, es roch nach Bier und Zigarettenrauch. Rat nahm eine Sonntagszeitung vom Haken und suchte sich einen freien Tisch. Als der Kellner kam, bestellte er Sauerbraten mit Klößen und ein Bier. Rat schlug die Zeitung auf, das Foto des toten Boris war auch heute abgebildet und hatte es ein paar Seiten weiter nach vorn geschafft. Der Text war heute größer, wesentliche Neuigkeiten standen jedoch immer noch nicht drin. Böhm kam mit seinen Ermittlungen nicht voran. Ah, Sie werben nicht nur für Aschinger, Sie essen auch hier. Er schreckte hoch, aus seinen Gedanken gerissen. Vor ihm stand eine Frau in einem dunklen Mantel. Charlotte Ritter, lächelnd. Eilig faltete er die Zeitung zusammen und murmelte eine Begrüßung, sie blieb stehen. Ist an diesem Tisch noch ein Platz frei? fragte sie. Natürlich. Er stand auf und drückte ihr den Stuhl zurecht. Als er hinter ihr stand und ihren schlanken Hals betrachtete, merkte er, wie gut sie roch. Sie setzte sich. Er überlegte, wie er das Gespräch mit ihr beginnen sollte. Bevor er etwas Dummes sagen konnte, kam der Kellner mit dem Essen. Für mich nur einen Kaffee, sagte sie und wünschte guten Appetit. Danke. Am liebsten hätte er sich den Sauerbraten einpacken lassen. So schnell sieht man sich wieder, sagte er stattdessen und begann zu essen. Heute auch im Präsidium gewesen. Was heißt gewesen? Gleich geht's weiter. Böhm hat mich nur kurz von der Leine gelassen. Wir haben viel zu tun. Wieder mal ein arbeitsreiches Wochenende. Sie zuckte mit den Schultern, als wolle sie sagen, was soll's, so ist das eben. Und? Schon weitergekommen? Weiter wäre übertrieben. Ein seltsamer Fall, kaum Anhaltspunkte. Ich fürchte, der Fall Wassermann wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wassermann? Auch wenn's keine klassische Wasserleiche ist, wie soll man seinen Fall nennen, wenn das Opfer keinen Namen hat? Sie kennen die Identität des Toten nicht? Wenn wir seinen Namen wüssten, wären wir schon ein großes Stück weiter. Doch so treten wir im Moment leider etwas auf der Stelle. Obwohl Zörgiebel am liebsten vorgestern Ergebnisse sehen würde. Das schlechte Gewissen des Polizeipräsidenten, Weinert hatte Recht. Der Dicke drückte auf die Tube, er wollte einen schnellen Erfolg. Die Mordermittler waren die beliebtesten Polizisten Berlins, populär wie Uferschauspieler. Und die Inspektion A hatte eine traumhafte Aufklärungsquote, auf die Zörgiebel offensichtlich baute. Keine Frage, Dörr Zwiebel, wie der Polizeipräsident hinter vorgehaltener Hand auch im Kreise der Beamten genannt wurde, stand unter Druck. Den Spitznamen hatten sie ihm angehängt, als Karl Zörgiebel noch Polizeipräsident in Köln gewesen war. Und ich dachte, alle Kräfte der Inspektion A wären derzeit darauf konzentriert, die Todesfälle der Mai-Unruhen zu untersuchen. Sie schüttelte den Kopf. Darum kümmert sich allein die IA. So viele Tote hatten die Politischen schon lange nicht mehr auf ihren Schreibtischen. Die reinste Massenabfertigung. Glauben Sie mir, eine Maileiche zu untersuchen wäre für uns einfacher. Der Hergang ist in den meisten Fällen leicht zu ermitteln. Auch wenn man sich damit im Kollegenkreis wohl keine Freunde machen würde. Warum das? Er schaute sie fragend an. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Offensichtlich sind bei den Kämpfen zu viele Polizeikugeln abgefeuert worden und zu wenig Kommunistenkugeln. Sie schien gut informiert zu sein. Da ermittelt mit der IA ja genau die richtige Abteilung, sagte er. Die Kollegen sind schließlich daran gewöhnt, dass sie nicht sonderlich beliebt sind. Der Kellner stellte ein Kännchen Kaffee auf den Tisch und goss ein. Ist der Kaffee in der Inspektion E eigentlich auch so schlecht wie der bei uns? fragte sie. Er war überrascht. Sie wissen, dass ich bei der Sitte arbeite? Sie lachte. Ihr Grübchen war umwerfend. Gut, dass er bereits saß. Nun, wenn jemand freiwillig mit Parabellum Wolter auf dem Gang steht, sagte sie, dann arbeitet er wahrscheinlich auch mit ihm zusammen. So viel Kombinationsgabe ist in der Mordinspektion Einstellungsvoraussetzung, auch für eine Stenotypistin. Sie trank vorsichtig einen Schluck Kaffee. Parabellum? Diesen Spitznamen hörte er zum ersten Mal. Na, der Knabe war doch früher Ausbilder am Schießstand. Einer der besten Schützen der Berliner Polizei. Ist das Ihr Ernst? Das hätte er Bruno eigentlich gar nicht zugetraut. Rat fiel auf, dass er ihn noch nie hatte schießen sehen. Bei der Sitte kam man nicht oft in die Verlegenheit, zur Waffe zu greifen. Sie sollten häufiger in der Kantine essen anstatt bei Aschinger. Da erfährt man interessante Dinge über die Kollegen, auch über Sie. Über mich? Er war überrascht. Kennen Sie denn meinen Namen? Hups, machte sie und fuhr so auffällig mit ihrer Hand vor den Mund, dass er sah, dass es nicht ernst gemeint war, er musste grinsen. Aber tun Sie nicht so scheinheilig, meinte sie. Sie wussten ja gestern schon, dass ich Stenotypistin bin. Also haben auch Sie bereits mehr Informationen über mich gesammelt, als Sie preisgeben? Und ich hoffe doch sehr, dass mein Name dazugehört. Sie seufzte theatralisch. Ach, was soll man machen, sagte sie. Die Welt ist ein Dorf. Und die Burg sowieso? Einer der besten Schützen der Berliner Polizei, der gute alte Bruno. Rat schüttelte den Kopf. Wie landet denn so jemand bei der Sitte? Gute Frage. Sie rührte in ihrem Kaffee und lächelte ihn an. Wie sind denn Sie in die Inspektion E geraten? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich fürchte deutlich länger als eine Tasse Kaffee. Da fragen Sie besser in der Kantine nach. Oh, da wird zwar viel geredet über sie, aber man erfährt nur wenig. Sie zeigte vor sich auf den Tisch. Außerdem habe ich hier ein ganzes Kännchen Kaffee stehen. Meine Geschichte ist länger als ein ganzer Kaffeeklatsch. Also muß ich Sie zu Kaffee und Kuchen einladen, wenn ich Ihre Geschichte hören will, Herr Rat? Mindestens. Er dachte nur einen kurzen Moment nach, dann sprach er es aus. Und äh, zu was muss ich Sie einladen, wenn ich Ihre Geschichte hören will? Ich denke, ein Abendessen reicht. Als er längst wieder im Auto saß, kreisten seine Gedanken noch um sie. Er fuhr ziellos durch die Stadt und genoss die freien Straßen am frühen Sonntagnachmittag. Was hatte sie bei Aschinger gesucht? Kaffee hätte sie auch in der Inspektion A trinken können, dort stand sogar immer reichlich Kuchen bereit, dafür sorgte schon Ernst Gennard, der kuchensüchtige Chef der Mordinspektion. Hatte sie ihn im Auftrag Böhms aushorchen sollen, wegen ihrer Begegnung an der Möckernbrücke? Warum hatte sie dann so heftig geflirtet? Gehörte das zu ihrem Plan? Langsam wurde es Zeit, nach Hause zurückzukehren. Die Strecke, die er gerade gefahren war, wäre etwas für seinen Vater, wenn der ihn tatsächlich einmal besuchen kommen sollte, die ideale Route für Provinzbesucher wie Engelbert Rath. Vom Alex in die Königstraße, vorbei an Rathaus und Schloss, über die Schlossbrücke auf die Linden, vorbei an Zeughaus und Alter Wache, rein in die Charlottenstraße, eine Runde über den Gendarmenmarkt, über Leipziger Straße und Wilhelmstraße, vorbei an den Ministerien, zurück auf die Linden und dann durchs Brandenburger Tor eine geballte Ladung Preußen für den preußischen Musterbeamten Engelbert Rath, den Stolz der Kölner Polizei. Und in Weihnachtsbüwick fuhr es sich besser als in einem von Käses Ausflugsbussen, eingepfercht in einer Menge lärmender Touristen. Aber so bald rechnete Rath eigentlich nicht mit Besuch. Erst zweimal hatte sein Vater ihn in Berlin angerufen, beide Male im Präsidium, und sich immer nur kurz erkundigt, wie sein Sohn sich denn in der Inspektion E so eingelebt habe. So kannte Rat seinen alten Herrn seit er denken konnte, immer dienstlich, niemals privat. Nur Mutter hatte schon mehrfach seinen privaten Telefonanschluss in der Nürnberger Straße gewählt, doch auf ihre besorgten Anrufe konnte er verzichten. Da war ihm sogar die Unnahbarkeit seines Vaters manchmal lieber. Am Potsdamer Platz musste er an der Kreuzung warten, Viertel nach drei. Die Ampel am Verkehrsturm sprang gerade wieder auf Grün, als er das Plakat an der Litfaßsäule sah. Er hatte schon Gas geben wollen, doch nun ließ er den Fuß auf der Bremse, hinter ihm hubte ein Taxifahrer. Rath ließ das Taxi passieren, bog in die Potsdamer Straße und suchte einen Parkplatz. Kurz hinter Josti fuhr er rechts ran, stieg aus und lief die paar Meter zurück zu der Straßenecke. Vor der haushohen Plakatwand, die einen Bauplatz vom Gehweg abschirmte, stand die Litfaßsäule. Ihre Buchstaben kamen wesentlich kleiner und bescheidener daher als die monströsen Schriften an der Wand dahinter, doch er hatte richtig gelesen. »Ilya Tretschkow spielt«, verkündete ein Plakat, das Gäste in den »Europapavillon« locken sollte. Rath notierte sich die Uhrzeiten und ging vergnügt zurück zum Auto, das wär doch was für eine Verabredung mit Charlotte Ritter, dachte er. Im Europahaus gab es zudem ein Kino. Alles in allem war der Tag doch recht erfolgreich verlaufen. Jetzt mußte sich nur noch zeigen, was der Abend brachte. Weinert wartete bereits draußen, als Rad in die Nürnberger Straße zurückkehrte. Es war fünf vor vier. Er ließ den Wagen direkt vor den Füßen des Journalisten ausrollen, zog die Handbremse und stieg aus. Pünktlich wie die Maurer, meinte Weinert anerkennt und setzte sich auf den Fahrersitz. Und? Wie hat dir der Wagen gefallen? In jedem Fall besser als die BVG. Das will ich meinen. Weinert löste die Bremse und legte einen Gang ein. Na dann, viel Spaß beim Beamtentreffen, rief er über die Schulter und gab Gas. Rat konnte sich keinen Reim auf diese Worte machen. Als er die Wohnungstür aufschloß, hörte er Stimmen aus der Küche. Die Behnke hatte Besuch. Herrenbesuch. Seit er in diesem Haus wohnte, war das noch nie vorgekommen. Er ging schnurstracks in sein Zimmer und hängte den Mantel auf. Sein Blick fiel auf den Pharusplan an der Wand. Gestern hatte er den Stadtplan dorthin gehängt, neben den kaputten Kleiderschrank, eine Blechdose mit Stecknadeln in der Hand. Die erste hatte er in den Landwehrkanal gesteckt, gleich neben die Möckernbrücke, wo man Boris Leiche aus dem Kanal gefischt hatte. Die zweite in die Nürnberger Straße 28, wo Boris kurz vor seinem Tod nach Alexei Kardakow gesucht hatte. Am Luisenufer, am Zoo in Höhe des Café Berlin und in der Lutherstraße im Eldorado steckten weitere Nadeln. Die Spur von Kardakow. Sie führte bis zum Küstriner Platz. Das Plaza. Dort saß der Mann, von dem Kardakow das Kokain bekam. Rat trat einen Schritt näher an den Plan heran und zog die Nadel wieder heraus, die an der Kantstraße den derzeit verwaisten Delphi-Palast markierte, und piekste sie neben dem Anhalterbahnhof durch das Papier, das Europahaus in der Königgrätzer Straße, wo Ilja Tretschkow ein neues Engagement gefunden hatte und hoffentlich auch Lana Nikoros. Rat zog die Fotos der beiden Russen aus der Tasche, den edlen Abzug von Kardakov und den Zeitungsausriss mit dem toten Boris und hängte sie mit Heftzwecken neben den Plan, dann das Delphi-Programmheft mit dem Porträt der Sängerin. Was hatten diese drei miteinander zu tun? Die Sängerin war Kardakovs Freundin, sie war Russin. War sie vielleicht mit Boris verheiratet? Das Liebespaar brachte den Ehemann um und floh? wäre nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Rad schüttelte den Kopf, ohne es zu merken. Er nahm noch die Visitenkarte von Josef Schneid aus seiner Brieftasche und klemmte sie an das Programmheft. Er trat einen Schritt zurück und betrachtete den Farus-Plan wie ein Künstler sein Werk betrachtet. Manchmal erkannte er so irgendein Muster, irgendeine Verbindung, eine räumliche Nähe oder sonst einen Zusammenhang. Doch die Nadeln schienen wahllos über die Stadt verteilt zu sein. Die Spur von Boris und die von Kardakow, sie kreuzten sich nur an einer Stelle, in der Nürnberger Straße 28. Seit Jahren schon hatte Rat die Angewohnheit, wichtige Orte einer Ermittlung auf einem Stadtplan zu markieren, aber seine eigene Wohnung hatte er in all den Jahren noch nie mit einer Nadel versehen müssen. Einmal ist immer das erste Mal, dachte er. Es klopfte. Weinert war bestimmt noch nicht zurück. Ob die Behnke ihn zu dem Besuch in die Küche bitten wollte? Rat öffnete eine Tür des Kleiderschranks. Die gotischen Schnitzereien verdeckten die Fotos an der Wand und einen kleinen Teil des Stadtplans. Ja, sagte er. Die Zimmertür öffnete sich. Überraschung, sagte eine Männerstimme. Rat war tatsächlich überrascht. Du? fragte er. In der Tür stand Bruno Wolter. Der Onkel lachte. »Na, mach den Mund wieder zu«, sagte er. »Ich dachte, wenn ich Elisabeth einen Besuch abstatte, muss ich auch mal nachschauen, ob mein Kollege zu Hause ist. Wollte doch mal sehen, wie du dich so eingerichtet hast. Nicht, dass es am Ende Beschwerden gibt.« Eigentlich hätte Rat mit einem solchen Besuch rechnen können. Bruno hatte ihm die Wohnung von Elisabeth Behnke vermittelt, weil er die Witwe kannte war zusammen mit ihrem verstorbenen Mann im Krieg gewesen, hatte er der jungen Witwe seinerzeit nicht sogar die Todesnachricht überbracht? Rat hatte diese Geschichten ganz verdrängt, wie alles, was mit dem Krieg zusammenhing. Ich habe dein Auto gar nicht gesehen, sagte Rat. Du hast... Äh, du hast Frau Behnke besucht? Wolter nickte und trat einen Schritt ins Zimmer. Er war bereits im Mantel, hielt den Hut schon in der Hand. »Der Todestag ihres Mannes«, sagte er. Da bringe ich ihr jedes Jahr Blumen. Helmut Behnke war der beste Kamerad, den man sich vorstellen konnte.« Rat schluckte, deswegen hatte sie sich letzte Nacht betrunken, weil ihr Mann vor zwölf Jahren gefallen war. Sie war betrunken gewesen und hatte ein wenig menschliche Wärme gesucht, und zufällig war er da gerade durch die Tür spaziert. Der Onkel schaute sich um und nickte anerkennend. Ganz gemütlich, sagte er. Dann blieb sein Blick an dem Stadtplan hängen. Nur die Ecke da sieht fast aus wie ein Kommissariat. Oder wie ein Beichtstuhl, meinte Rat. Er hielt den Kleiderschrank für wesentlich auffälliger als den Stadtplan. Der hatte Bruno auch nicht zu interessieren. Hat der Russe da reingetreten? Wolter zeigte auf die kaputte Seitenwand des Schrankes. Sieh an, Elisabeth hatte wohl geplaudert. Rat nickte. Na, irgend so ein Besoffener. Und ist er noch mal aufgekreuzt? Ja, als Leiche, dachte Rat, schüttelte aber den Kopf. Ich habe Elisabeth ja damals gleich gesagt, sie soll keinen Russen in die Wohnung nehmen. Die machen nur Ärger, ganz gleich ob Bolschewik oder Zarist oder sonst was. Er schaute Rat plötzlich fest in die Augen, wie bei einem Verhör. Deswegen habe ich ihr als neuen Mieter auch einen Kollegen empfohlen. Der macht ihr hoffentlich keinen Ärger. Es klang so, als ob Elisabeth Behnke noch mehr erzählt hatte, fragte sich nur was und wie viel. Rat wechselte lieber das Thema. M möchtest du was trinken? fragte er und machte einen Schritt zur Tür hin. Er wollte Bruno aus seinem Zimmer herausbekommen, bevor der einen noch neugierigeren Blick auf den Stadtplan werfen konnte. Vielleicht sollten wir in die Küche gehen, da... Wolter hob abwehrend die Hände. Mach dir meinetwegen keine Umstände. Ich bin vorhin schon bestens bewirtet worden. Bin sowieso auf dem Sprung, wollte nur mal reinschauen. Er überlegte kurz. Vielleicht können wir heute Abend noch ein Bierchen zusammentrinken. Bei mir, in Friedenau? Emmy kann uns was zu essen machen. Sehr nett, danke. Aber tut mir leid, heute Abend geht's nicht. Rat zuckte entschuldigend mit den Schultern. Bin im Varieté. Ah, verstehe, sagte Walter, und ein leichtes Grinsen zog über sein Gesicht. Wird auch Zeit, dass du mal aus deinem Beichtstuhlgefängnis rauskommst. Ich hoffe, sie ist hübsch. Draußen auf der Straße hubte ein Auto. Ich muss los, meinte der Onkel. Er setzte seinen Hut auf. Also, dann sehen wir uns morgen. Rat ging zum Fenster und lugte vorsichtig am Vorhang vorbei. Vor der Haustür stand ein schwarzer Ford am Straßenrand, Modell A, Brunos Ford. Am Steuer saß ein junger Mann, den Rat nicht kannte. Hatte Bruno einen Sohn? Ihm fiel auf, dass er noch nicht viel über den Kollegen wußte. Bruno stieg ein und der Wagen fuhr los, machte eine rasante Kehrtwende und fuhr in Richtung Townziehen davon. Nach Friedenau ging's in die andere Richtung. Bruno wollte wohl noch nicht nach Hause. Unwillkürlich klappte er den Mantelkragen hoch, als er am schlesischen Bahnhof aus der Stadtbahn stieg. Er hoffte, dass man ihm den Bullen nicht gleich ansah. Eine Polizeimarke war hier keine gute Empfehlung. Seine Mauser trug er heute geladen im Schulterholster unter dem Jackett. Ihr Gewicht beruhigte ihn. In dieser Gegend wusste man nie, was passierte. Genau das machte den Reiz für viele Nachtschwärmer aus. Eine Nacht im Stralauer Viertel, neben mehr oder weniger verwegenen Verbrechern und schönen Frauen an der Bar sitzen, ihnen vom Nebentisch verstohlene Blicke zuwerfen, das war spannender, als im mondänen Westen unterwegs zu sein. Auf dem Kudamm lief man höchstens Gefahr, von einer SA-Horde verprügelt zu werden, der man nicht arisch genug aussah, aber hier im Osten konnte man mit etwas Glück sogar eine Schießerei unter echten Garnoven erleben. Es wurde schon dunkel, als Rad auf den Küstriner Platz trat. Selbst die Straßenbeleuchtung schien hier im Osten schummriger zu sein als in der City oder in Charlottenburg. Fast wirkte es so, als würden sich die Straßenlaternen schämen für das, was sie da beleuchteten. Die Neonbuchstaben an der Fassade des Plaza warfen mehr Licht in die Dunkelheit. Scheinwerfer tauchten sämtliche drei Stockwerke bis hinauf zur Dachbalustrade und zur alten Bahnhofsuhr in Licht. Das Plaza strahlte wie eine kleine helle Insel in diesem düsteren Viertel. Vor dem Eingang hielten immer wieder Taxen und spuckten gut gekleidete Besucher aus, abenteuerlustige Touristen, die den Weg vom Westen hierher gefunden hatten. Die Leute aus dem Viertel, die sich etwas Geld für einen Varietébesuch zusammengespart hatten, kamen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Rat mischte sich unter das bunt zusammengewürfelte Volk und ließ sich mit der Menschenmenge an den Kassen vorbei durch Foyer und Garderobe in den riesigen Zuschauersaal treiben. Eindrucksvoll, was Jules Marx aus der alten Bahnhofshalle gemacht hatte. Ein riesiger Saal öffnete sich über Rat, keine einzige Ecke, nur sanfte Rundungen. Fast 3000 Sitzplätze hatte das Plaza und es sah so aus, als würden sie heute Abend fast alle gebraucht. Mehr als tausend Leute waren bestimmt schon im Saal. In zehn Minuten sollte das Programm beginnen. Das Orchester spielte, war aber durch das Stimmgewirr der Zuschauer, die ihre Plätze suchten, kaum zu hören. rat schaute sich um. Wie er Marlow unter dreitausend Leuten auffallen sollte, blieb ihm ein Rätsel. Er setzte sich auf seinen Platz und blätterte im Programmheft, dabei umständlich und unübersehbar mit einem Foto von Kardakov spielend. Tritt der auch auf? fragte seine Sitznachbarin, eine dünne Frau mit Brille, die aussah wie eine Blockflötenlehrerin. Rat murmelte etwas von einem Bekannten, die Frau wurde rot und wendete sich von ihm ab. Er konnte ihr ansehen, was sie dachte, der andere Sitznachbar zeigte überhaupt kein Interesse. Wahrscheinlich hatte er die kurze Unterhaltung mit der Blockflötenlehrerin mitbekommen. Verärgert steckte Rat das Bild ein. Inzwischen war das Licht ausgegangen. Ein Zauberer, der aussah wie ein Medizinmann, trat als erstes auf, dann Lasso-Akrobaten in Cowboy-Kostümen, ein Messerwerfer mit Indianerschmuck. Als dann auch noch ein Cowboy sein Klagelied von der Einsamkeit in der Prärie anstimmte, hätte Rat gern mit Tomaten geworfen, leider hatte er keine dabei. Warum saß er eigentlich hier? Er wollte Marlow. Stattdessen schaute er sich ein Varieté-Programm an, obwohl er schon als Kind nicht gern in den Zirkus gegangen war. Er biß die Zähne zusammen und hielt bis zur Pause durch. Während die anderen schon ins Foyer gingen, blieb er noch eine Weile an seinem Platz stehen und schaute sich um. Die Leute drängten sich fluchend an ihm vorbei. Im Gewühl ringsherum fiel ihm niemand auf. Er wusste nicht, was er suchte. Er wusste ja nicht einmal, wie Marloff aussah. Was erwartete er? Ein Gangsterboss wie Al Capone? irgendeinen feisten Mann im weißen Anzug flankiert von zwei Schwergewichtsringern? So einer würde bestimmt oben auf der Empore sitzen. Aber auch dort entdeckte er niemanden, bei dem sein Polizisteninstinkt Alarm geschlagen hätte. Schließlich hatte sich der Saal fast geleert, er gab auf und ging ebenfalls ins Foyer. Das Foto trug er zusammen mit dem Programmheft wieder lässig in der Hand, und schlenderte so durch die Gruppen rauchender, trinkender und schwatzender Menschen. Doch offensichtlich ließ das Konterfei von Alexei Kardakow die Leute hier kalt. Warum hatte Gloria ihn ins Plaza geschickt? Was hatte Dr. M. mit dem Varieté zu tun? Gehörte es ihm und Jules Marx war nur ein Strohmann? Dann würde Dr. M. kaum jede Vorstellung besuchen, eher im Büro sitzen. Eigentlich Blödsinn hier auszuharren. Er hätte im Eldorado mehr Informationen aus Gloria rausquetschen müssen. Vielleicht sollte er mal nach oben gehen und in die Büros schauen. Hey, da können Sie nicht rauf. Er hatte erst drei, vier Stufen genommen, als ihn einer der befragten Saaldiener zurückpfiff. Rat versuchte möglichst wie ein Geschäftsmann zu wirken, immerhin trug er seinen besten Anzug. Entschuldigung, sagte er, aber ich müsste jemanden von der Geschäftsführung sprechen. Sind Sie mit dem Programm nicht zufrieden? »Nein, das nicht, log er. Ich mußte dringend mit Herrn Marloff sprechen. Man sagte mir, daß ich ihn hier finde. »Da hat man Sie falsch informiert. Hier arbeitet kein Herr Marloff.« »Doktor Marloff?« Der Saaldiener zog die rechte Augenbraue hoch und schaffte es nur, eine Hälfte seiner hohen Stirn in Falten zu ziehen. »Bedaure,« sagte er. Aber wie ich schon sagte, man muss sie falsch informiert haben. Darf ich Sie jetzt bitten, die Treppe zu verlassen?« »Der Name sagt Ihnen gar nichts?« »Nicht, dass ich wüsste.« Entnervt gab Rath auf. Die Menge strömte bereits zurück in den Saal. Er ließ auch den Rest des Programms über sich ergehen, ohne dass auf der Bühne irgendein großer Marloni ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert oder ein Dr. M. als Messerwerfer geglänzt hätte. Marloff unter den Künstlern zu finden, hatte er allerdings auch nicht ernsthaft erwartet. Doch irgendetwas mußte Dr. M. mit dem Plaza verbinden, dachte er, als er wütend über die vertane Zeit mit einer Herde Varieté-Besucher zur Stadtbahn zurückstapfte. Oder aber Gloria hatte ihn gekonnt über den Tisch gezogen. Würde sie das wagen? Eigentlich nicht. Das Eldorado war auf freundlich gesinnte Sittenbullen angewiesen, Vielleicht war er einfach am falschen Tag hier oder Marlow hatte ihn längst gefunden und wollte ihn gar nicht sprechen. Es waren einige hundert Leute, die vom Plaza zum Schlesischen Bahnhof strömten, und so merkte Rat nicht, dass ihn jemand verfolgte. In der Burg herrschte am Montagmorgen allgemeine Katerstimmung. Die grauen Gänge des Polizeipräsidiums wirkten noch grauer als sonst. Der dreitägige Großeinsatz hatte sich zu einem Desaster für die Polizeiführung entwickelt. Das Presseecho war verheerend. Berthold Weinert war nicht der einzige Journalist, der die Mai-Einsätze der Berliner Polizei verurteilte. Das Wort Blutmai machte die Runde, wie es die Vossische Zeitung vorformuliert hatte. 22 Tote hatte die Statistik bislang erfasst und viele Verletzte schwebten noch in Lebensgefahr. Die Polizei hatte große Mengen an Munition verbraucht, 7885 Schuss waren aus Polizeipistolen abgefeuert worden, weitere 3096 Schuss aus Karabinern und Maschinengewehren. Die Buchführung der Berliner Polizei war auch in dieser Hinsicht preußisch genau. An beschlagnahmten Waffen hatten die Beamten weniger zu zählen gehabt. Die Hausdurchsuchungen im Wedding und in Neukölln hätten sie sich sparen können, kaum der Rede wert, was sie bei dieser Großaktion, bei der hunderte Wohnungen durchkämmt worden waren, eingesammelt hatten. Ein gutes Dutzend Revolver und Pistolen, zwei, drei Gewehre, in jeder Schießbude auf dem Rummel gab es mehr Waffen. Doch in der Chefetage waren sie schon dabei, fleißig an der Legende vom kommunistischen Umsturzversuch zu strecken, den die Polizei mit ihrem beherzten Einsatz verhindert habe. Seit den frühen Morgenstunden wurden die kommunistischen Büros nicht nur am Bülowplatz, sondern in der ganzen Stadt nach Namenslisten durchsucht. Das preußische Innenministerium hatte die Maiunruhen zum Anlass genommen, den Rotfrontkämpferbund zu verbieten. Kurz nach Dienstbeginn wurden die Kriminalbeamten aller Abteilungen zusammengetrommelt. Polizeipräsident Zörgiebel persönlich begrüßte sie im großen Konferenzsaal über dem Hauptportal. Dörr Zwiebel hatte sich seit seinen Kölner-Zeiten kaum verändert, ein zu Fettleibigkeit neigender ehemaliger Gewerkschaftssekretär, der mit der Leitung der Polizei betraut worden war, weil die Sozis an der Macht waren und nun einmal Ämter zu besetzen hatten. Ein Politiker, kein Kriminalist, auch nach all den Jahren als Polizeiführer nicht. Es geschah selten, dass sie ihn zu Gesicht bekamen, normalerweise schickte er seinen Vize zu solchen Versammlungen. Dr. Bernhard Weiß war der Fachmann an der Spitze der Berliner Polizei, ein überragender Kriminalist. Zu perfekt, um bei den Kollegen beliebt zu sein, aber allseits respektiert. Damit hatte er Zorgibel einiges voraus. Weiß hatte deutliche Bedenken geäußert, das Demonstrationsverbot am 1. Mai aufrechtzuerhalten, doch Zorgibel hatte es mit aller Gewalt durchsetzen wollen. Mit den bekannten Folgen. Nachdem der Polizeichef den versammelten Kriminalbeamten für ihren Einsatz bei den kommunistischen Ausschreitungen gedankt hatte, wechselte er schnell das Thema. Zörgiebel war Politiker. Er wusste, dass die Kriminalpolizei sich nicht gerne für politisches einspannen ließ. Um diese Dinge, so die verbreitete Auffassung, sollte sich die Abteilung IA lieber allein kümmern. Und so nickten die meisten Kollegen zufrieden, als der Polizeipräsident erklärte, er habe sie aus einem anderen Grund zusammenrufen lassen. Der aktuelle, ungeklärte Todesfall erfordere die Zusammenarbeit aller, seine baldige Aufklärung sei überaus wichtig, um den Berlinern zu zeigen, dass die Polizei weiterhin das Heft in der Hand halte und für eine sichere Stadt sorge. Zollgiebel appellierte an das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kriminalpolizei. Alle Inspektionen der Abteilung IV seien dazu aufgefordert, den Mordermittlern unter die Arme zu greifen. Natürlich solle man darüber die tägliche Arbeit nicht vernachlässigen. "Sie kommen doch rum in der Stadt, meine Herren", endete er. "Nutzen Sie Ihre Kontakte." Dann trat Oberkommissar Böhm ans Rednerpult. Rat hätte am liebsten mit Papierkügelchen nach ihm geschossen, wie damals in der Schule. Mit nassen Papierkügelchen, versteht sich. Er versuchte Charlotte Ritter dort oben irgendwo zu entdecken, doch sie war nicht da. Da war überhaupt keine Frau, da oben standen nur Männer. Irgendwer in der Inspektion A musste ja noch die Arbeit machen, dachte er, wenn die Herren alle im großen Saal stehen und damit beschäftigt sind, wichtig auszusehen. Buddha Ernst Gennard stand auch nicht auf dem Podium. Rat wusste, dass der Chef der Mordinspektion die stille Ermittlungsarbeit solchen lauten Auftritten vorzog. Und es wurde in der Tat ein lauter Auftritt. Meine Herren! bellte Böhms Stimme durch den Raum, dass die Kollegen in der ersten Reihe zusammenzuckten. Ich darf mich für Ihr zahlreiches Erscheinen bedanken. Wir ermitteln zurzeit noch in alle Richtungen. Unser größtes Problem ist, dass der Tote noch nicht identifiziert ist. Vordringlichste Aufgabe ist es, die Identität des toten Mannes festzustellen, den wir im Landwehrkanal gefunden haben. Der Oberkommissar hielt ein Foto in die Höhe, das aus den Zeitungen. Dieses Bild wurde am Wochenende in allen großen Berliner Tageszeitungen veröffentlicht. Wir haben einige Rückläufe aus dem Berliner Publikum, leider keine verwertbaren. Bislang haben sich nur die üblichen Wichtigtuer und Denunzianten gemeldet. Kein Mensch scheint diesen Mann zu kennen oder kennen zu wollen. Wir halten es inzwischen für möglich, dass er gar nicht aus Berlin kommt, dass er einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, steht außer Frage. Seine schweren Verletzungen können nicht von dem Autounfall stammen. Lassen Sie mich zum Ergebnis der Obduktion kommen. Das meiste von dem, was der Mordermittler runterbetete, hatte Rat schon im Leichenschauhaus gehört. Viel Neues hatten sie übers Wochenende nicht herausbekommen. Noch während Böhm die bisherigen mageren Ermittlungsergebnisse darlegte, gingen zwei Kriminalassistenten herum und verteilten Fotos. Die gleichen, die in den Zeitungen zu sehen waren. Doch die Abzüge hier waren um einiges schärfer als der schlechte Zeitungsdruck. Rat konnte jetzt sehen, dass dem Russen eine nasse Haarsträhne in die Stirn hing. Die Haut schimmerte feucht glänzend im Blitzlicht. Das waren tatsächlich Tatortfotos. Königsfrauen machten ihnen Arbeit. So eisern sie bislang geschwiegen hatten, so sehr sprudelte es jetzt aus ihnen heraus. Das hatten sie einem Neuzugang zu verdanken, einem Teil der Ernte, die sie nach dem Zusammenbruch des alten Fritz eingefahren hatten. Anders als die Männer in Königsfotogeschichten, die ihre Rolle der Ähnlichkeit mit prominenten Preußen verdanken, waren die Damen allesamt Profis. Prostituierte von den Linden oder der Friedrichstraße. Vier Frauen hatten sie nach den sichergestellten Fotos einwandfrei identifizieren können und in die Mangel genommen. Der Durchbruch kam, als es Rat gelang, Silvia Walkowski, genannt Kreisch-Silvi, weiszumachen sie habe ihre Verhaftung allein der Rätseligkeit der roten Sophie zu verdanken, bürgerlicher Name Sophie Zieten. Jener Dame, die am Tage der Razzia in der Rolle der Mata Hari brilliert hatte. Und dann hatte es keinen Halten mehr gegeben. Als Sophie erfuhr, dass Silvi geplaudert hatte, packte sie tatsächlich aus. Das wiederum machte andere Damen in den Nachbarzellen sauer. Und so hatten sie nach und nach erfahren, dass die meisten Damen der Königstruppe ihr Geld nicht nur mit Prostitution und Pornografie verdienten, sondern auch in illegalen Nachtlokalen. Die meisten mit einfachem Nackttanz. Zwei arbeiteten im Pegasus, dessen Spezialität darin bestand, dass dort Damen in den Uniformen der diversen preußischen Kriege paradierten, unten ohne, während die Herren im Publikum Orden an die rundesten Körperstellen heften durften. Momentan saßen die Damen alle im Polizeigewahrsam und waren damit beschäftigt, sich gegenseitig die Pest an den Hals zu wünschen. Die Aufseherinnen im Frauentrakt waren nicht zu beneiden, Kreisch-Silvi machte ihrem Namen alle Ehre. Acht illegale Nachtlokale standen auf ihrer Liste, Adressen in allen Teilen der Stadt, jede Menge Arbeit lag vor ihnen. Weitere Informationen mussten unauffällig gesammelt, die Razzien vorbereitet und geplant werden, Sie wollten die Lokale alle an einem Abend ausheben, bevor sich die Aktion in der Szene herumsprechen konnte. Wie in den alten Zeiten, freute sich der Onkel, nachdem er gerade mit Lanke telefoniert und um die Bereitstellung von rund 20 Lastwagen am nächsten Sonnabend gebeten hatte. Solche Aktionen hat's früher regelmäßig gegeben. Damals haben wir die Leute lastwagenweise zum Alex gekarrt. Und im großen Konferenzsaal, genau da, wo Dörzwiebel eben seine Predigt gehalten hat, da wurde dann die Spreu vom Weizen getrennt. Er rieb sich die Hände. Mit Lastern zu den Lasterhöhlen, karlauerte lauerte Die Kollegen lachten. Jawohl, meinte Wolter. Aber bis dahin ist noch viel zu tun. Keine Zeit nach irgendwelchen Toten zu fragen. Soll die Inspektion A ihren Scheiß doch allein machen, dafür wird sie schließlich bezahlt. Er nahm das Foto, das er eben im Konferenzsaal bekommen hatte, riss es mitten entzwei und warf es in den Papierkorb. Jähnicke hatte sein Foto beim Hereinkommen achtlos auf den Schreibtisch gepfeffert. Rat hatte seines noch in der Jackentasche stecken und er hatte nicht vor, es wegzuwerfen. Bruno warf ihm einen Seitenblick zu. Doch er sagte nichts und hängte sich wieder ans Telefon. Der Kollege war nicht blöd. Rat glaubte jedoch nicht, dass der Onkel bei seinem gestrigen Überraschungsbesuch Verdacht geschöpft hatte. Rat war noch neu in der Stadt, warum sollte er sich keinen Stadtplan in die Wohnung hängen? Und die Stecknadeln hatte Bruno von der Tür aus unmöglich sehen können, aber er wußte, dass Gerion Rat schon einmal als Mordermittler gearbeitet hatte. Kurz darauf, als Jänicke das Büro verlassen hatte, nahm Wolter ihn beiseite. Hast du Blut geleckt, Gerion? Willst du den tollen Kerl von der Mordkommission zeigen, dass du auch ein toller Kerl bist? Rat hatte nicht vor sich einschüchtern zu lassen. Dass Böhmen die Fotos hatte verteilen lassen, gab ihm endlich einen dienstlichen Vorwand, in Sachen Boris weiter zu ermitteln. Es gibt eine offizielle Anweisung des Polizeipräsidenten, die Inspektion A in einem bestimmten Fall zu unterstützen, sagte er und erschrak, wie bürokratisch er klang. Und nicht mehr und nicht weniger werde ich tun. Mir brauchst du nichts zu beweisen, Gereon. Mir hast du gezeigt, dass du ein guter Polizist bist. Und meine Einschätzung wird sich auch in deiner Personalakte wiederfinden. Wolter machte eine kurze Pause, bevor er den nächsten Satz aussprach. Oder willst du einer süßen kleinen Stenotypistin imponieren? Dann kann ich dir natürlich nicht weiterhelfen. Das saß wie ein Schlag in die Magengrube. Rat musste innerlich nach Luft schnappen. Warum wollte Bruno ihn verletzen? Weil er selbst verletzt war? Weil er spürte, dass es einen Kollegen, den er binnen kurzer Zeit schätzen gelernt hatte, auf die andere Seite der Glastür zog? Wahrscheinlich hatte er das schon zu oft erlebt. Sieh den Tatsachen ins Auge, Bruno, sagte er und versuchte trotz der bösen Bemerkung ruhig und sachlich zu bleiben. Wenn ich bei einer Mordermittlung helfen kann, dann werde ich das tun. Du kannst von mir nicht verlangen, den Anordnungen des Polizeipräsidenten zuwiderzuhandeln. Ich verlange nur von dir, dass du deine Arbeitskraft voll und ganz der Inspektion E zur Verfügung stellst. Was meinst du denn, was es dir einbringt, wenn du Böhm bei seiner dämlichen Leiche hilfst? Was meinst du, was er sagt? Du kannst froh sein, wenn du überhaupt einen Danke hörst. Er wird deine Informationen nehmen und damit den Fall lösen. Und am Ende klopft der Zwiebel allein ihm auf die Schulter. Wahrscheinlich hatte Bruno recht. Aber Rat hatte ja auch gar nicht vor, Böhmen zu helfen. Nicht diesem Arschloch. Er musste nur aufpassen, dass er Bruno nicht so sehr auf die Füße trat. Die Anweisung des Polizeipräsidenten gilt für alle, sagte er. Er machte es schon wie sein eigener Vater, sich hinter Dienstvorschriften verstecken, wenn man nichts von sich preisgeben will. Oh, nicht so förmlich, mein Junge. Der Onkel klang wieder versöhnlicher. Solange du vollen Einsatz für unsere Arbeit zeigst, kannst du tun und lassen, was du willst. Aber vergiss nicht, für wen du arbeitest. Solltest du die Buchstaben E und A zu häufig verwechseln, werde ich meinen breiten Rücken nicht unbedingt zwischen dich und Lanke stellen, falls es Ärger gibt. Das solltest du wissen. Hast du irgendeinen Grund, dich zu beschweren? Wir werden einen Haufen illegaler Nachtlokale ausheben, das ist doch was, oder? Und mit Lanke werde ich schon allein fertig. Wolter lachte. <lacht> mit Lanke? Schön wär's. Mit dem sollte sich keiner von uns ohne Schützenhilfe anlegen. Der ist gefährlicher als ein Zuhälter, dem man das Auto zerkratzt hat. Der Onkel reichte ihm die Hand. Na komm, schwamm drüber. Vergessen wir die Sache. Ich bin im Moment ein bisschen überarbeitet. Wir sollten nicht streiten. Rat zögerte einen Moment und schlug ein. Die Zornesfalten in Wolters Gesicht waren so schnell verschwunden, wie sie gekommen waren. Eigentlich hatte ich nämlich vor, dich einzuladen, fuhr der Onkel fort. Übermorgen habe ich ein paar Freunde zu Gast bei mir zu Hause. Wäre schön, wenn du dabei wärst. Mittwochabend, der Abend vor Himmelfahrt der Abend, den er für Charlotte reserviert hatte. Doch damit konnte er Bruno jetzt nicht kommen. Die Einladung war ein Versöhnungsangebot. Er musste es annehmen. Und er wollte es annehmen. Bruno hatte ihn als Freund bezeichnet. Er brauchte Freunde in dieser Stadt. Mittwochabend. Er würde Charlotte absagen. Wenn ich dann keine Überstunden machen muss, geht die Sache klar. Ich habe einen strengen Chef. Mittwoch gibt es keine Überstunden, die machen wir heute. Und was wir bis Mittwoch nicht schaffen, das arbeiten wir am Freitag ab. Bruno grinste. Ein Lächeln brachte der Mann einfach nicht zustande. Als er auf den kleinen Vorplatz vor dem Bahnhof Friedenau trat, war es bereits dunkel, doch die Straßen in dieser Gegend waren gut beleuchtet. Gleich ein anderes Gefühl als am Schlesischen Bahnhof. Er musste an seinen Besuch im Plaza denken. Einmal würde er es wohl noch versuchen. Er hatte noch einmal mit Gloria gesprochen, gestern Abend, bevor er nach Hause gefahren und todmüde ins Bett gefallen war. Sie hatte ihn nicht geleimt, da war er sich jetzt sicher. Wenn er mit dir sprechen will, dann wird er mit dir sprechen, hatte sie gesagt, fast ein wenig beleidigt, dass er ihr misstraut hatte. Wenn nicht, dann kannst du nichts machen. Spät war es geworden die letzten beiden Tage. Bruno hatte sie nicht geschont. Nicht nur Montag hatte er sie Überstunden prügeln lassen, auch gestern. Aber der Onkel hatte Wort gehalten und sie heute um fünf nach Hause geschickt. Sie hatten viel geschafft, doch um die Feiertagsschicht morgen würden sie nicht herumkommen. Aber nichts sprach dagegen, dass Rat auch morgen pünktlich Feierabend machen konnte. Dann würde er ausgehen. Erst ins Kino, dann etwas essen und vielleicht tanzen mit Charlotte. Er dachte daran, wie er sie am Montag in der ganzen Burg gesucht hatte, unauffällig natürlich. Er konnte ja nicht einfach so in die Inspektion A marschieren. So oft es ging, hatte er nachgeschaut, jede Gelegenheit genutzt, um mal kurz aus dem Büro zu kommen. Bei Aschinger hatte er geschaut und in der Kantine, hatte sich immer wieder auf dem Gang vor der Glastür der Mordinspektion herumgedrückt, alles ohne Erfolg. Als er spät abends nach Hause gekommen war, hatte er sie den ganzen langen Tag nicht gesehen, geschweige denn gesprochen. Der Einfall war ihm bei einem Blick auf das Telefon neben seinem Bett gekommen. Kriminalbeamte wie er mussten erreichbar sein, sie besaßen alle einen Telefonanschluss. Sie war nur Stenotypistin, aber sie war ehrgeizig, eine winzige Chance bestand, auch wenn er nicht so recht daran glaubte. Nur wenige Leute besaßen einen Fernsprecher. Aber einen Versuch war es wert. Er hatte im Telefonbuch geblättert und war auf einen Eintrag gestoßen. Ritter, C, Spenerstraße 32, N.W. Hansa 3919. Vielleicht hatte er Glück. Er ließ sich mit dem Anschluss verbinden und betete inständig, keinen Karl oder Christian an die Strippe zu bekommen. Overbeck, meldete sich eine Frauenstimme. Verwählt? Er hätte beinahe wieder aufgelegt. Reflexartig. Doch dann fing er sich. Äh, guten Abend, äh, Kommissar Rath hier. Äh, entschuldigen Sie die späte Störung, aber ist Fräulein Charlotte Ritter? Wieso spät? Solange das Präsidium vor Mitternacht anruft, ist es noch nicht spät. So viel habe ich inzwischen gelernt. Warten Sie einen Moment. Der Hörer wurde neben die Gabel gelegt. Charlie! hörte er die Frau rufen. Charlie, Telefon für dich! Das Präsidium! Er hörte Türen schlagen, Schritte, lautes Klackern, als der Hörer aufgenommen wurde. Böhm? Das war ihre Stimme. Beinahe hätte er vergessen zu antworten. Böhm, sind Sie das? Äh, nein, Rat hier. Pause. Oh? Immerhin, es war ihm geglückt, sie zu überraschen. Guten Abend, Herr Kommissar, fuhr sie fort. Ich hoffe, Sie wollen mich nicht für einen Einsatz in der Inspektion E einspannen. Äh, nein, es geht um etwas Außerdienstliches. Um die Gestaltung des Mittwochabends? Sie hatte ihre vage Verabredung also nicht vergessen. Nein, sagte er, um die Gestaltung des Donnerstagabends. Pause. Das hatte er befürchtet. Ich habe nur für Donnerstag Karten bekommen, schob er schnell nach. Karten? Na also, er hatte sie neugierig gemacht. Äh, Phoebus-Palast. Ein Kino? Und da gab's nur Karten für den Freitag? Ja, das Kino im Europahaus. Äh, gar nicht so einfach da Karten zu bekommen. Außerdem umfasst das Arrangement ja noch mehr. Ich hab im Europapavillon einen Tisch reservieren lassen. Er wusste nicht, ob sie ihm die Lüge wirklich abnahmen und ob sie Donnerstag überhaupt Zeit hatte. Aber als sie antwortete, war ihm klar, dass sie die Einladung angenommen hatte. Dabei war es eigentlich gar keine Antwort. Welcher Film läuft denn? hatte sie gefragt. Zur Adresse der Wolters war es vom Bahnhof aus nicht weit, nur ein kurzer Fußweg. Die Fregestraße, eine ruhige Straße, von Bäumen gesäumt, die Hausfassaden strahlten solide Bürgerlichkeit aus. Rat fühlte sich an Klettenberg erinnert. Am Straßenrand parkten einige Autos unter den Bäumen, Rat erkannte Brunos Ford, aber auch einen großen Horch und sogar einen Maybach. Er ging durch einen kleinen Vorgarten zum Haus, zog den Mantel zurecht, klingelte und schaute nach oben. Ein hübsches zweistöckiges Häuschen, keine Villa, aber auch keine Hütte. Das einzige freistehende Haus hier, soweit er sehen konnte. Es dauerte einen kurzen Moment, dann öffnete eine Frau die Tür, Rat kannte das Gesicht von dem kleinen Foto auf Brunos Schreibtisch. »Guten Abend, Frau Wolter.« Er schüttelte ihre Hand und gab ihr den Blumenstrauß. »Oh, vielen Dank. Sie sind Herr Rat, nicht wahr?« Er nickte. »Bruno hat schon viel von Ihnen erzählt.« Er trat ein und schaute sich um. Die Wohnung war großzügig geschnitten, eine Treppe führte nach oben. An der Garderobe im Flur hingen viele Mäntel, darunter zwei Uniformmäntel der Reichswehr. Weiter hinten in der Wohnung hörte man das Durcheinander vieler Stimmen und das Klirren von Gläsern. Ein Plattenspieler dudelte Schlager. "Geben Sie mir Hut und Mantel", sagte Emmy Wolter. "Danke." Sie legte den Blumenstrauß kurz beiseite, als sie ihm aus dem Mantel half. "Gehen Sie immer dem Krach nach", sagte sie. "Männer mögen es nun einmal laut. Ihr Kollege, der junge Herr Jänicke ist auch schon da." Der Frischling auch? Damit hatte Rat nicht gerechnet. Jenikes Verhältnis zu Bruno war nicht unbedingt freundschaftlich zu nennen, aber wahrscheinlich wollte der Onkel den Dritten in ihrer Truppe nicht einfach ausschließen. Er selbst hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, dachte Rat. Emmy Wolter ging eilig voran und öffnete die Tür. Bitte sehr, ich stelle erst einmal die Blumen ins Wasser. Was darf ich Ihnen anbieten? Einen Kognak, bitte. Dichter Zigarettenqualm hing in dem großen Salon, den er betrat. Gut ein Dutzend Männer bevölkerten den Raum. Nur ein paar Freunde? Stefan konnte er nirgends entdecken. Bruno stand mit zwei Reichswehroffizieren und einem Zivilisten zusammen und redete mit ernstem Gesicht auf seine Gesprächspartner ein. Als er Rat erblickte, hellten sich seine Züge auf, er breitete die Arme aus und kam auf ihn zu. Gerion, schön, dass du gekommen bist. Ach, so oft hat man ja nicht Gelegenheit, einem Kollegen die Vorräte wegzutrinken. Bruno lachte. Komm mit, ich muss dich ein paar Freunden vorstellen. Stefan ist auch da, aber keine Ahnung, wo der sich gerade rumtreibt. Er führte ihn zu den drei Männern, bei denen er zuvor gestanden hatte. Meine Herren, darf ich Ihnen meinen engsten Kollegen vorstellen, Kriminalkommissar Gerion Rath. Rath nickte kurz, Wolter fuhr mit dem Vorstellen fort. Generalmajor Alfred Segers? Ein grauhaariger Mann mit schmalen Lippen und einem hageren Gesicht deutete eine Verbeugung an. Oberleutnant Werner Fröhlich. Ein blonder Mitvierziger grüßte mit seinem Kognakglas. Und das hier ist Paul Geitner, stellte Wolter schließlich den Zivilisten vor. An Geitners Revers glänzte ein kleiner rot-weißer Metallknopf mit einem schwarzen Hakenkreuz. Alles Kameraden aus dem Krieg. Das schweißt zusammen. Wir sehen uns noch heute regelmäßig. Leider fehlt Helmut Behnke, der war auch einer von uns. Haben Sie gedient, Herr Kommissar? fragte Segers. Wie zu Kaisers Zeiten, ein Preuße alter Schule, ein bisschen erinnerte er Rat an seinen Vater. Äh, ja, aber nicht an der Front. Der Krieg war aus, bevor ich meinen Marschbefehl erhielt. Ah, so viele kampfbereite junge Leute, wir hätten den Krieg gewinnen können, wenn diese Novemberverbrecher uns nicht verraten hätten. Rat kannte diese Sprüche. Die gehörten in nationalen Kreisen zum guten Ton. Er seinerseits war eigentlich froh, nicht zu Kanonenfutter verarbeitet worden zu sein, aber das mußte er hier nicht so laut sagen. Ah, mit Deutschland wird's schon wieder aufwärts gehen, meinte Wolter. Ah, danke, Emmy. Emmy Wolter war mit einem Kognaglas erschienen, das sie Rat reichte. Gelegenheit zum Themenwechsel. Rat hatte wenig Lust, über den verlorenen Krieg zu reden. Auf den Gastgeber, sagte er und hob das Glas. Auf den besten Scharfschützen, den die deutsche Armee je hatte, ergänzte der hagere Generalmajor. Offensichtlich meinte er Bruno. Die Männer prosteten sich zu. Segas nahm ihn beiseite sagen sie sie waren mit bruno im einsatz gegen die kommunisten rat nickte da wollen die sozis einmal durchgreifen und dann geht es so daneben segers schüttelte den kopf bruno hat mir alles erzählt diese dilettantische waffensuche der offizier klopfte ihm auf die schulter nichts für ungut junger freund das geht nicht gegen sie befehl ist befehl ihre chefetage hat versagt so etwas muss man ganz anders aufziehen, aber dazu sind die Sozen ja nicht in der Lage. Immerhin haben sie jetzt den Rotfrontkämpferbund verboten. Tja, toller Witz, nicht wahr? Die Roten lachen sich doch ins Fäustchen. Die Sozen sind nicht imstande, auch nur ein einziges Waffenlager auszuheben, aber mit einem Verbot glauben sie der Sache Herr zu werden. <laughs> Lachhaft. Die Rotfront hatte vor dem Verbot schon illegale Waffenlager, warum sollte sie jetzt vor illegalen Aktionen zurückschrecken? Und die Revolution, von der die Roten träumen, ist sowieso illegal. Ach, ich glaube nicht, dass die Kommis bereit sind für die Revolution. Das wären sie gerne, aber eigentlich ist es ein undisziplinierter Sauhaufen. Segers lachte. Haha, <lacht> Sie gefallen mir, junger Freund. Ein Sauhaufen fürwahr. Aber wie lange? Die Rote Armee hat fähige Offiziere, das können Sie mir glauben, ich weiß, wovon ich spreche. Und Moskau unterstützt die deutsche Rotfront nach Kräften. Und wenn das Gold, hinter dem momentan alle her sind, in die falschen Hände gerät, dann gute Nacht, dann können die Roten sich Waffen leisten, gegen die ihre Polizei nichts ausrichten kann. Und wir mit unseren kläglichen 100.000 Mann sind dann auch machtlos. Welches Gold? Segers wurde so leise wie ein Verschwörer sagt ihnen der name sorokin etwas rat zuckte mit den schultern muss man den kennen alter russischer adel haben generationen von offizieren in der armee des zaren gestellt der offizier zog ein kleines silbernes etui aus seiner uniformjacke und klappte den deckel auf auch eine rat nahm eine zigarette geschichten mit russen interessierten ihn zur zeit sehr Segers gab ihm Feuer und steckte sich dann selbst eine an. Nur die letzte Generation hat den Zaren im Stich gelassen und ist zu Kerensky umgeschwenkt. Segers inhalierte gierig, er wirkte wie ein Vampir, der Blut saugt. Den Bolschewiken war das egal. Die haben die Liberalen genauso über die Klinge springen lassen wie die Monarchisten. Nur wenigen Sorokin soll die Flucht geglückt sein. Und ihren sagenhaften Schatz mussten sie zurücklassen. Die Roten haben jeden Winkel in den Sorokin-Schlössern abgesucht, bevor sie Kasernen und Fabriken daraus machten und nichts gefunden. Das Gold blieb verschwunden. Er machte eine bedeutungsschwangere Pause und zog noch einmal tief an seiner Zigarette. Nun aber soll es wieder aufgetaucht sein. Oh, Stalin wird sich freuen. Ach was, junger Freund. Segers machte eine abwehrende Handbewegung. Stalin ist außer sich. Gold im Wert von rund 80 Millionen Reichsmark soll außer Landes geschafft worden sein. Und wissen Sie, wohin? Rat hatte keine Ahnung und zuckte mit den Schultern. Segas schaffte es, noch etwas leiser zu sprechen. Man munkelt, das Sorokin-Gold sei in Berlin. 80 Millionen? Das ist ja eine unglaubliche Summe. Segas nickte. Deswegen hat Stalin ja auch solche Angst. Gerade jetzt, wo er Trotzki in die Wüste geschickt hat. Er fürchtet, das Geld könnte in die Konterrevolution gesteckt werden. Den Sorokins wäre so etwas zuzutrauen. Stalin rechnet mit dem Schlimmsten. Was meinen Sie, wie viele Tschechisten deswegen momentan in Berlin unterwegs sind? Tellmans Leute helfen ihnen bei der Suche, in der Hoffnung, dass für sie auch etwas abfällt von dem Kuchen. Woher wissen Sie das alles? In der Reichswehr erfährt man so manches. Segers setzte ein Grinsen auf, das eigentlich ein Lächeln hatte werden wollen, und zwinkerte ihm zu. Es sah seltsam verzerrt aus, als passe so viel Mimik auf einmal gar nicht in sein hageres Gesicht. »Und hinter diesem Gold sind die Kommunisten her?« Hinter diesem Gold ist jeder her, der davon weiß. Man erzählt sich, der Kurier sei schwach geworden und habe alles für sich behalten wollen. Äh, jedenfalls ist es wohl nicht da angekommen, wo es ankommen sollte. Bei den Sorokins oder bei ihren politischen Freunden. Man munkelt, die liberalen Sorokins hätten sich mit der Krasnaja Krepost zusammengetan, um Stalin gemeinsam die Macht zu entreißen. Mit wem? Krasnaja Krepost, als so viel wie rote Festung. Kommunistische Abweichler wie Trotzki. Vielleicht hat der ja auch seine Finger im Spiel. Und der Mann kann eine Armee aufbauen, wie man weiß. Warum erzählen Sie mir das alles? Weil es um Deutschland geht, junger Freund. Sie waren Soldat, wir sind Kameraden. Dieses Gold darf nicht in die falschen Hände geraten. Warum gibt es da keine Anzeige der Reichswehr bei der politischen Polizei? Wie ich schon sagte, das Gold darf nicht in die falschen Hände geraten. In dieser Sache gibt es keine Anzeigen, nichts Offizielles. Leute unseres Vertrauens in der Polizei kann man einweihen, doch die politische Polizei als Apparat wird niemals etwas von dieser Angelegenheit erfahren. Sie verstehen. Auch Ihnen habe ich das im Vertrauen erzählt. Ein Freund von Bruno ist auch mein Freund. Oh, ihr Vertrauen ehrt mich. Oh, wenn er lächelte, glich er einer Hyäne. Es geht hier nicht nur um Vertrauen, junger Freund, es geht um Kameradschaft. Wissen Sie, dem Deutschen Reich sind nicht mehr als 100.000 Soldaten erlaubt. <laughs> Lächerlich, aber es gibt viele Männer, die gute Soldaten sind, auch wenn sie kein Feldgrau tragen. Deutschland braucht gute Soldaten und ein guter Polizist ist immer auch ein guter Soldat. Polizei und Reichswehr sollten zusammenhalten, wenn es um Deutschland geht. Ich glaube, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Polizist und Soldat, das sind für mich immer noch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und ich muss es wissen, ich war beides schon einmal. Langsam war es an der Zeit, diesem Offizier die Meinung zu sagen. Rat hatte sich das bislang verkniffen, weil er Segers Verschwörungstheorie zu Ende hören wollte. Ich bin Polizist geworden, weil ich für Recht und Ordnung und für sichere Straßen sorgen möchte und nicht um Soldat zu spielen oder Krieg und schon gar nicht Bürgerkrieg. Segers hob beschwichtigend die Hände. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, junger Freund. Niemand will Krieg. Aber Deutschland hat viele Feinde. Und wenn die den Krieg wollen, dann sollten wir gewappnet sein. Und ich bin mir sicher, wenn das Vaterland zu den Waffen ruft, dann werden auch Sie diesen Ruf hören. Einmal Soldat, immer Soldat. Sie sind Soldat, mein Freund. Das können Sie nicht verleugnen. Und wir brauchen Leute wie Sie. Rat war froh, als er im Nebenraum Stefan Jänicke entdeckte. Sie entschuldigen mich, sagte er zu Segers, aber ich muss da gerade einen Kollegen begrüßen. Schon gut, rief ihm Segers hinterher. Denken Sie einfach mal darüber nach. Rat ging zu dem Frischling, der ein wenig verloren mit seinem Glas im Raum stand. Hallo Gerion! Jänicke wirkte erleichtert, ihn zu sehen. Rat prostete ihm zu. Na, unser lieber Bruno scheint ja sehr an seiner Militärzeit zu hängen. Ja, eine ganze Menge Soldaten, oder wenigstens ehemalige Soldaten, meinte Jänicke, scheint an seinem Alter zu liegen. Nur alte Kameraden, da passen wir nicht ganz hin fürchtig. Du warst doch Soldat, Gerion. Fast klang es, als würde Jänicke es bedauern, nicht im Krieg gewesen zu sein. Ja, ich habe die Grundausbildung gemacht und dann war Ende. Glück gehabt. Emmy Wolter ging mit einem Tablett herum. Rat griff ein gefülltes Ei. Wo warst du denn die ganze Zeit?", fragte er. "Wir haben uns schon Sorgen gemacht, hätten fast das vermissten Dezernat eingeschaltet. Hast dich doch nicht verlaufen." Jannike wirkte verlegen. "Nicht so leicht in diesem Haus die Toilette zu finden", sagte er. "Unten war besetzt, da bin ich die Treppe rauf." Emmy Wolter lachte, die Eier auf dem Tablett wackelten. Stellen Sie sich vor, ich habe Herrn Jänicke gefunden, wie er oben hilflos durch die Dunkelheit tappte und nach Licht suchte. Dabei war das Bad gleich hinter der nächsten Tür. Die Hausherrin fand das amüsant. Jänicke lief rot an. Naja, die Wohnung ist aber auch wirklich ziemlich groß. Ja, wir haben sogar zwei Badezimmer. Emmy Wolter sagte das nicht ohne Stolz. Oder ist die Wahrscheinlichkeit eines zu finden ja umso größer, meinte Rat. Die Hausherrin kicherte. Bruno hat mir erzählt, dass Sie ein Lustiger sind. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Sie senkte ihre Stimme. Brunos Freunde erzählen mir manchmal ein bisschen zu viel vom Krieg. Ach, das ist schon in Ordnung, sagte Rat. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wenn Sie sich mit einem Kollegen unterhalten wollen, den Rudi Scheer lädt Bruno auch immer ein. Der einzige Polizist, der regelmäßig kommt, schon seit Jahren. Die anderen Kollegen wechseln häufiger, aber zu Rudi hat er immer noch einen guten Draht. Scher? In der Inspektion E gab es niemanden, der so hieß. Sie musste sein fragendes Gesicht bemerkt haben. Der betreut die Waffenkammer, fuhr sie fort. Die beiden haben früher mal zusammengearbeitet. Soll ich sie miteinander bekannt machen? die waffenkammer parabellum wollte natürlich er hatte bruno immer noch nicht gefragt wie es ihn den scharfschützen eigentlich zur sitte verschlagen hatte das ist sehr nett von ihnen aber ich fürchte dafür fehlt mir die zeit ich wollte ohnehin nur kurz vorbeischauen morgen sind wir wieder im dienst und da müssen wir ausgeruht sein Jänicke nickte zustimmend wir haben einen strengen chef sie lachte schade schade aber ich verstehe, Dienst ist Dienst. Sagt Bruno auch immer, wenn er sich rar macht. Aber kommen Sie uns doch ein andermal besuchen, Sie und Ihr Kollege. Versprochen, sagte Rat. Emmy Wolter trug ihr Tablett weiter. Wolter wirkte nicht enttäuscht, als sich die beiden Kollegen wenige Minuten später von ihm verabschiedeten. Die leichte Rötung seines Gesichts verriet den Alkoholpegel, den er inzwischen erreicht hatte. Er klopfte seinen Mitarbeitern zum Abschied jovial auf die Schultern. Seine Frau führte sie aus dem verqualmten Salon hinaus. Rat war froh, als sie kurz darauf wieder an der frischen Luft waren, nicht nur wegen des Zigarettenqualms. Puh, machte er, als er zusammen mit Jähnicke den Weg zum Bahnhof Redenau einschlug. Brunos alte Kameraden. Man sollte gar nicht glauben, dass es so viele Soldaten gibt, wo die Reichswehr doch nur hunderttausend Mann haben darf. So wenige sind es nicht. Auch Polizisten sind Soldaten. Rat stutzte. Wie bitte? Mir wurde heute das Angebot unterbreitet, die Polizei solle doch mehr mit der Reichswehr zusammenarbeiten. Inoffiziell natürlich. Ah, Generalmajor Segers? Jänicke nickte. Der war wohl heute auf Rekrutierungstour. Mich hat er auch angequatscht. Ob Bruno schon ein inoffizieller Mitarbeiter der Reichswehr ist? Rat zuckte mit den Schultern. Kann ich mir nicht vorstellen. Er hat einfach zu viele Freunde bei der Armee. Schwelgen in alten Zeiten. Mag sein, dass sie sich ab und zu was erzählen, aber zusammenarbeiten? Nein. Ich glaube, dieser Segers hatte einfach zu viel getrunken. Mir hat er was von einem russischen Goldschatz erzählt, der in Berlin verschollen ist und den sich angeblich die Kommis unter den Nagel reißen wollen. 80 Millionen wert, sagt er. So ein Blödsinn. So viel Gold kann man gar nicht unbemerkt von Russland nach Berlin schmuggeln. Jänicke zog die Augenbrauen hoch, doch der Wortkarge Ostpreuße sagte nichts. Schweigend gingen die Männer die Straße hinunter, bis der Backsteinbau des kleinen Bahnhofs vor ihnen auftauchte, die beleuchteten Uhren zeigten halb zwölf. Er hatte wenig geschlafen, und dennoch war er bester Laune, als er am Donnerstagmorgen das Büro betrat. Ein Lied auf den Lippen, das er selbst nicht kannte, schleuderte er seinen Hut in Richtung Garderobenständer und traf. Jänecke pfiff anerkennend durch die Zähne. Wo hast du das denn gelernt? Sowas lernt man nicht, sowas kann man. Ra zog seinen Mantel aus. Bruno noch nicht da? Jänecke schüttelte den Kopf. Die Party gestern war wohl etwas zu viel für ihn. Schmidtchen, ihre Sekretärin, hatte bereits Kaffee gekocht, aus dem Vorzimmer hörte man das unentwegte Klappern ihrer Schreibmaschine, ratatata, schnell wie ein Maschinengewehr. Zur Vorbereitung der Razzien am Samstag waren eine ganze Menge dienstlicher Anträge und richterlicher Beschlüsse nötig. Auch sie musste den Feiertag durcharbeiten. Ach, bevor ich's vergesse, da hat eben jemand angerufen, der wollte aber nur mit dir oder Bruno sprechen, sagte Jänicke. Und? Ich wollte seine Rufnummer notieren, aber er sagte, das ginge mich gar nichts an. Er ruft später nochmal an, hat er gesagt. Wie auf Kommando klingelte das Telefon auf Rats Schreibtisch. Das ist er bestimmt, meinte Jänicke. Rat hob ab. Es war Wolter. Er nuschelte irgendwas von wegen später kommen und gab ein paar knappe Anweisungen. Rat hatte gerade aufgelegt, da klingelte das Telefon noch einmal. Rat erkannte die Stimme sofort. Franz Krajewski. »So früh am Morgen auf den Beinen?«, fragte er den Pornokaiser. »Und das am Vatertag?« »Hören Sie, ich kann nicht lange reden, aber ich muss Sie sprechen, wenn Sie mir einen Gefallen tun. Ich hätte ein paar Informationen, die dürften Sie interessieren.« »Den Gefallen habe ich dir schon getan, oder?« Rat versuchte so harmlos zu klingen, als spräche er mit seiner Freundin. Jänicke musste nicht wissen, wen er da in der Strippe hatte. »Ja, ich könnte noch ihn hier brauchen.« und warum sollte ich das tun hören sie doch erstmal was ich zu sagen habe krajewskis stimme wurde leiser sie suchen doch nach diesen Film. wenn sie mal eine vorstellung besuchen wollen rat wurde hellhörig ich habe noch nicht gefrühstückt sagte er vielleicht sollten wir eine kleinigkeit zusammen essen komm so bloß nicht nach neukölln die stimme klang erschrocken obwohl sie nur leise durch den hörer kam ich hatte nicht vor, dich zu besuchen, wir gehen aus. Aber nicht am Alex, da kennen mich zu viele. Krajewski flüsterte immer noch, er war nur mühsam zu verstehen. Das Grinzing im Haus Vaterland, da gehen nur Touristen hin. Rat kannte den Laden, mit der U-Bahn konnte er in einer Viertelstunde dort sein. Einverstanden, halb neun? Halb neun, und Sie zahlen. Das entscheide ich nach dem Essen. Er legte auf und griff nach Hut und Mantel. Jänicke blickte überrascht auf. Das war aber ein kurzes Gastspiel. Schon vergessen, dass heute Feiertag ist? Wenn der Onkel kommt, sag ihm, ich bin unterwegs. Mal eben was überprüfen. Er zwinkerte genauso verschwörerisch, wie er es an Weihnacht nicht leiden konnte. Der Kleine sollte denken, er treffe sich mit einer Frau. Bin in ein, zwei Stunden wieder da. Das Haus Vaterland war ein riesiger Vergnügungstempel in der Nähe des Potsdamer Platzes. Alles unter einem Dach, ein großes Kino, mehrere Kneipen und Restaurants, vom türkischen Café bis zur Wildwestbar. Die Berliner mieden das Vaterland, dennoch herrschte dort jeden Abend ein unglaublicher Rummel. Rat dachte daran, wie er seinen ersten Abend in der fremden Stadt in der Rheinterrasse im Vaterland verbracht hatte, wo es nicht einmal Kölsch gab, nur viel zu süßen Wein und weinselige, reifere Frauen, die Jagd auf alleinstehende Männer machten. Nach diesem ernüchternden Abend war er nicht mehr im Haus Vaterland gewesen. Morgens war hier nicht viel los, wenigstens musste Rat um diese Uhrzeit noch keinen Eintritt berappen, um den Komplex überhaupt betreten zu dürfen. Abends war das hier üblich. Die Touristen staunten nicht schlecht, wenn sie dann an der Kinokasse gleich noch einmal zahlen durften. Das Grinzing wollte aussehen wie ein Wiener Heurigenlokal, weniger wie ein Kaffeehaus. Künstliches Grün rankte die Wände hoch, Lampions hingen an der Decke. Als Rat das Lokal betrat, saß Franz Krajewski an einem weißgedeckten Tisch, vor sich eine Tasse Kaffee und ein Glas Weißwein. Der Mann zog nervös an seiner Zigarette, Rat setzte sich zu ihm und legte seinen Hut auf den Tisch. Er hatte nicht vor, lange zu bleiben. Schon beim Frühstück? fragte er. Krajewski lächelte gequält. Immer humorvoll, dein Freund und Helfer. Er schwieg einen Moment, bevor er fortfuhr. Sie können mir einen Fallen tun, sagte er. Rat sagte nichts. Sein Schweigen machte Krajewski nervös. Er redete weiter. Man hört, dass da irgendwas im Busch ist. Ihr plant irgendwas, Roset, hab ich recht? Es war erstaunlich, wie gut der Buschfunk in dieser Stadt funktionierte. Durch irgendeine lecke Stelle in der Burg musste etwas von der geplanten Razzia gesickert sein. Was meinst du, wer hier wem etwas erzählt? Das Spiel läuft anders, das solltest du eigentlich wissen. Erzähl du mir etwas und vielleicht bekomme ich dann so gute Laune, dass ich sogar dein Frühstück bezahle. Ich weiß, wie das Spiel läuft. Ich erzähle Ihnen ja auch was. Ich hab noch keine Lust, von Ihren Kollegen irgendwo eingesammelt zu werden. Bringt ihn ja auch nichts, wenn ich im Kahn sitze. Rat sagte nichts, seine Hände spielten mit einem kleinkalibrigen Projektil, das er aus der Tasche geholt hatte. Krajewski hob beschwichtigend die Hände. Ist ja Judmés, sei ja schon. Aber meine Worte sollten sie sich trotzdem durch den Kopf gehen lassen. Krajewski schwieg, als der Kellner an ihren Tisch trat und Rats Bestellungen aufnahm. Er sprach erst weiter, als sie wieder allein waren. Also, wenn Sie eine interessante Kinovorführung besuchen wollen, Sonnabend, um zwölf.« Er beugte sich vor und sprach noch leiser. Die Pille. Ja, mit Kellerlokal in der Motzstraße, Jans Nabe in Neulendorfplatz, Und da ist ein Hinterzimmer, da geht's an den Abend rund, war. Rat steckte die Pistolenkugel zurück in seine Brieftasche. Hört sich gut an, meinte er. Aber wenn du mir Scheiß erzählt hast, gibt's Ärger. Wenn wir da am Samstag erscheinen und nichts finden, dann gehe ich davon aus, dass du uns verpfiffen hast. Ist dir das klar? Krajewski nickte. Der Kellner kam und stellte eine Tasse Kaffee und ein Glas Wasser auf den Tisch. Rat trank einen Schluck und schob Krajewski dann die Fotos über den Tisch, die er jeden Morgen einsteckte. Vielleicht kannst du mir noch einen Gefallen tun, sagte er. Kennst du einen von denen? Krajewski ergriff das Bild des Toten. Der war in der Zeitung, richtig? Rat nickte. Keine Ahnung, sonst nie gesehen. Und der? Rat deutete auf das Foto Kardakows. Hm. Krajewski zog die Stirnenfalten. Kommt mir bekannt vor. Was sollen der gemacht haben? Koks, sagte Rat. Der verkauft Koks. Krajewski schüttelte den Kopf. Nee, dann kenne ich den doch nicht. Meinte wohl ein anderen. Er gab Rat die Bilder zurück und trank sein Glas leer. Und äh, wer zahlt nur? Ich muss doch wissen, ob ich noch was bestelle. Du kannst es dir aussuchen. Soll ich dir einen Gefallen tun oder soll ich die Rechnung bezahlen? Krajewski überlegte nur kurz. Dann lieber den Gefallen. Gut. Rat erhob sich und setzte seinen Hut auf. Äh, nur ein kleiner Tipp. Bleib am Wochenende zu Hause. Irgendetwas hatte ihn erwischt. Ohne zu wissen, wie es geschehen war, fand er sich auf dem Boden wieder. Alle Knochen taten ihm weh. Er hatte das Gefühl, von einem D-Zug überfahren worden zu sein, doch die fuhren nicht in der ersten Etage des Polizeipräsidiums. Offensichtlich war es ein Mensch. Können Sie nicht aufpassen? Die Stimme kannte er. Das war schlimmer als ein D-Zug. Rat schaute auf. Richtig, Oberkommissar Böhm. Der Mordermittler stand immer noch stabil wie eine deutsche Eiche auf dem grauen Steinboden, Rat dagegen hatte es langgelegt. Beinahe wäre er die Treppe, die er gerade heraufgekommen war, wieder hinuntergefallen, er hielt sich die schmerzende Schulter. Zugegeben, er war etwas schnell die Treppen im Präsidium hochgeeilt, ein wenig euphorisch halt. Der Tipp von Krajewski hatte seine Schritte beflügelt, kam genau zur richtigen Zeit, passte gut in ihre Pläne für Samstag. Er spürte, es würde ein guter Tag für ihn werden, und dann das. Er war schon oben auf dem Treppenabsatz, da hatte ihn die Tür, die vom Treppenhaus auf den Gang führte, fast aus den Schuhen gehauen, daß er rücklings auf dem Boden gelandet war. »Wo haben Sie denn Ihre Augen, Mann? Sie hätten mich ja beinahe über den Haufen gerannt!« Rat sagte nichts, der Hut war ihm vom Kopf gerollt, die Fotos aus der Tasche gefallen, er sammelte alles wieder ein. Wollen Sie mir vielleicht etwas sagen, Herr Kollege? fragte Böhm. Er kniff die Augen zusammen. Rat rappelte sich wieder hoch und setzte den Hut auf. Ich, äh, aber mit Verlaub, Herr Oberkommissar, Sie sollten sich entschuldigen, sagte er. Er hatte sich entschlossen, zum Gegenangriff überzugehen, bei allem gebotenen Respekt. Böhm schien ihm gar nicht zugehört zu haben. Wenn Sie etwas über diesen Toten wissen, den Sie da gerade in die Tasche gesteckt haben, dann sollten Sie mir das mitteilen, sagte er nur. Rat strich seinen Anzug glatt und schwieg. Vielleicht können Sie damit anfangen und mir sagen, wer die andere Person ist, die mich da gerade angeguckt hat. Der Mistkerl hatte Kardakow gesehen, ob er auch wusste, dass Charlotte ihn am Landwehrkanal getroffen hatte. Rat musste aufpassen, dass Böhm nicht allzu misstrauisch wurde, nicht so einfach bei einem Kollegen. Misstrauen gehörte zum Berufsprofil eines Bullen, und Böhm schien das wandelnde Misstrauen zu sein. Ermittlung der Inspektion E, sagte er, ein Kokainhändler, der möglicherweise mit einem Pornoring in Zusammenhang steht. Das war die Verbindung, die er sich zurechtgelegt hatte, wenn er erklären musste, warum er in einem Fall ermittelt hatte, der gar nicht in sein Aufgabengebiet passte die Lösung für den Mord am Landwehrkanal sozusagen als Nebenprodukt ihrer Pornografieermittlungen. Über das Koks ließen sich da immer Zusammenhänge herstellen oder zumindest konstruieren. Auch wir haben zu tun, fuhr er fort, Sie müssen nicht glauben, dass sich alle darum reißen, der Mordinspektion zu helfen. Er holte das Bild von Boris aus der Tasche. Immer schön offensiv rangehen. Ich kenne Kollegen, die dieses Foto weggeworfen haben. Sie sollten froh sein, dass ich die Inspektion A noch unterstütze. Böhm schaute noch eine Spur brummiger drein. Schön, sagte er schließlich, aber meine Freude hält sich in Grenzen, wenn Sie dieses Foto nur mit sich herumtragen, ohne dass ich auch etwas von Ihnen höre. Lassen Sie mich eins klarstellen. Wenn Sie mir etwas zu sagen haben, dann sollten Sie es mir auch sagen. Ich mag es nicht, wenn man mir ins Handwerk pfuscht. Rat zog ungerührt eine Oberstolz aus der Schachtel, jetzt einfach lässig bleiben. Das Ekel konnte unmöglich etwas wissen. Böhm nutzte nur jede Gelegenheit, die er fand, um Untergebene anzuschnauzen. »Habe ich mich klar ausgedrückt, Herr Kommissar?« Überaus klar, Herr Oberkommissar.» Rat steckte die Zigarette an und inhalierte tief. Er stieß den Rauch erst aus, als Böhm an ihm vorbei war und die Treppe hinunter polterte. Sie war froh, heute etwas früher gehen zu können. Die Stimmung in der Mordinspektion war nicht die beste. Böhm kam keinen Schritt voran, seine Laune wurde zusehends schlechter. Und das lag nicht am Feiertagsdienst. Wie er vorhin aus dem Büro gestürmt war, wie eine Dampfwalze. Sie wusste, daß ihr Chef manchmal cholerisch wirkte, aber eigentlich kam sie gut zurecht mit ihm. Er akzeptierte sie, und das rechnete sie ihm hoch an. Doch im Moment war mit ihm nicht gut Kirschen essen. Jetzt, wo er draußen war, hatte sich die Stimmung gleich entspannt. Gräf, der hinter seinem Schreibtisch gehockt hatte, als ducke er sich vor Schlägen, richtete sich auf und atmete durch. Sie dachte an den Abend. Das grüne Kleid wollte sie nicht anziehen, das brachte Unglück. Wieder ein Donnerstag. Vor genau einer Woche war ihr letztes Rendezvous grandios gescheitert. Gestern war sie das erste Mal seit dem abgebrochenen Abend im Moka Efti wieder ausgegangen, mit Greta. Den ganzen Abend hatten sie über Männer gesprochen und waren sich einig, auf Kerle, die eine nicht als arbeitende Frauen akzeptierten, sollte man sich gar nicht erst einlassen. Dass sie bereits die nächste Verabredung eingegangen war, hatte sie Greta nicht verraten. Sie hatte ihr überhaupt noch nichts von dem Neuen im Präsidium erzählt. Wahrscheinlich hatte sie sich geschämt, dass sie sich nach dem Reinfall im Efti schon wieder mit einem Mann traf und dann noch mit einem aus der Burg. Aber Greta musste schließlich nicht alles wissen. Es war gut, dass er schon seit einer Viertelstunde hier war und früh genug Karten gekauft hatte. Es schien voll zu werden im Phoebus-Palast, fast als wollten die Menschenmassen seine Telefonlüge, die angeblichen Schwierigkeiten Karten zu bekommen, bestätigen. Während die Menschen ins Kino drängten, stand rat an den Schaukästen und betrachtete die Werbefotos. Gustav Fröhlich als Schupo und eine Frau, die ihn ein wenig an Charlotte erinnerte, nur dass die hier viel aufgedonnerter daherkam. Aber so war das eben im Film, da legten ja sogar die Männer Lippenstift an, selbst wenn sie einen Schupo spielten. Er musste schmunzeln, als er sich die abgebrühten Schupos vom Alex mit rot gemalten Lippen vorstellte. Asphalt, hieß der Film, ein Polizistendrama, das passte ja. Er hatte noch gar nicht gewusst, was überhaupt lief, als er Charlotte vor drei Tagen ins Kino eingeladen hatte, der Phoebus-Palast hatte sich allein wegen seiner Nähe zum Europapavillon angeboten. Beide waren im großen Neubaukomplex des Europahauses untergebracht. Umso besser, dass es ein Film mit Polizisten war, obwohl es mehr nach Liebesschmonzette als nach Kriminalfilm aussah. Unruhig schaute er auf die Uhr. In fünf Minuten fing der Film an, doch von ihr war noch nichts zu sehen. Der Rummel um ihn herum wurde immer lebhafter. Im Europahaus waren außer dem Kino auch mehrere Restaurants, Cafés und Tanzdielen unter einem Dach untergebracht, fast wie im Haus Vaterland, nur dass hier weniger Nepp herrschte, weil verschiedene Gastronomen miteinander konkurrierten, während im Vaterland alles aus einer Hand kam. Ein Hochhaus sollte den Komplex am Anhalter Bahnhof auch noch krönen, doch das gab es vorerst nur auf dem Papier. Erst vor kurzem hatte die Baupolizei nach langem Hin und Her die Baugenehmigung erteilt, nachdem der Architekt die Zahl der Stockwerke auf zehn reduziert hatte. Unten in den fertiggestellten Gebäudeteilen herrschte bereits Hochbetrieb. Das Europahaus hatte den Ruf, urban und großstädtisch zu sein und war entsprechend beliebt bei den Berlinern, die alles begrüßten, was den Ruf ihrer Stadt als moderne Weltstadt untermauerte. Da sah er sie. Auf der anderen Seite der Königgrätzer Straße stieg sie aus einem Taxi. Sie trug einen kurzen Mantel und einen roten Rock, er winkte und hätte vor Freude beinahe den nächsten Passanten umarmt, als er bemerkte, wie sie lächelte, als sie ihn entdeckte. Der Abend würde für ihn nicht billig werden, das stand fest. Sie hatte einen gewaltigen Hunger, als sie den Europapavillon an seinem Arm betrat und der Kellner sie an ihren Tisch führte. Anderthalb Stunden hatte der Film gedauert, und sie hatte am Ende gehofft, ihr Magen möge nicht während der Vorstellung knurren. Glücklicherweise hatte das Orchester ziemlich laut gespielt, er hatte kein einziges Mal versucht, die Dunkelheit auszunutzen und sie in den Arm zu nehmen oder zu küssen. Einer von der Sorte war er schon mal nicht. Dann hätte sie auf das Abendessen verzichtet, ganz gleich wie hungrig sie war. So stand einem schönen Abend also nichts mehr im Wege. Auch der Europapavillon gefiel ihr, Restaurant und Tanzraum gingen über zwei Etagen, gold-orange war die dominierende Farbe, durchsetzt von silbernen Ornamenten, die Möbel aus Mahagoni. Der Kellner führte sie die Treppe hinauf auf die Empore, sie trug das rote Kostüm, das sie bislang immer nur zur Arbeit angezogen hatte, er sollte nicht denken, sie mache sich für ihn zurecht. Dennoch hatte Greta sie dabei ertappt, als sie sich sorgfältig schminkte und vor dem Spiegel prüfte, wie der Rock ihre langen Beine zur Geltung brächte. Die Freundin hatte nichts gesagt, doch ein paar hochgezogene Augenbrauen hatten deutlich zu verstehen gegeben, dass sie Greta eine Erklärung würde nachliefern müssen. Der Kellner wies ihnen einen Tisch direkt an der Brüstung zu, sie konnten von oben auf die Tanzfläche blicken, auf der sich schon einige Paare drehten. Die Musik gefiel ihr, ein flotter Swing, nur der Sänger, der ab und zu seine Stimme hören ließ, klang ihr zu schmalzig. Der Kellner kam mit zwei Speisekarten und zwei Gläsern Heizig Monopol an ihren Tisch zurück. Ich hab mir erlaubt schon etwas zu bestellen", sagte Rat und hob sein Glas, deswegen also hatte er vorhin mit dem Kellner getuschelt. Sie lächelte nervös, als sie mit ihm anstieß, seine graublau schimmernden Augen hatte sie von Anfang an gemocht, schon als er ihr das erste Mal in der Burg über den Weg gelaufen war. Während sie trank, musterte sie ihn. Eine elegante Erscheinung. Obwohl er einen braunen Anzug trug, den er auch im Dienst hätte tragen können und wahrscheinlich schon getragen hatte, wie sie ihr rotes Kostüm. Sie hätten gleich zusammen losziehen und ermitteln können, stattdessen blätterten sie in der Karte. Der Kellner kam mit dem Wein und nahm die Bestellung auf, sie entschieden sich für Fisch. Ich habe Sie angelogen, sagte sie, als der Mann im Frack wieder abgedreht hatte, meine Geschichte ist gar nicht so lang, wie ich behauptet habe. Mir ging es nur um das Abendessen. Da kann sie aber beten, dass ich das Betrugsdezernat nicht einschalte. <laughs> Bloß das nicht. Sie hob die Hände in gespieltem Entsetzen. Ich erzähle Ihnen ja alles, Herr Kommissar. Nur ist alles leider ziemlich wenig. Sie trank einen Schluck Wein. Also, geboren und aufgewachsen in Berlin, Moabit um genau zu sein, ganz in der Nähe des Kriminalgerichts etwas prägt. Seit vier Jahren arbeite ich bei der Kriminalpolizei als Stenotypistin. Aber das möchte ich nicht den Rest meines Lebens machen. Was denn dann? Ich studiere. Jura. Er pfiff anerkennend durch die Zähne. Wollen Sie in den höheren Dienst? Sie zuckte mit den Schultern. Mal sehen. Ich finde schon, dass es zu wenig Kriminalbeamtinnen gibt. Und wie verbinden Sie das miteinander? fragte er. Ich meine, die Arbeit und das Studium? Der Mordinspektion gehöre ich nur Donnerstag bis Sonntag, so haben wir es vereinbart. Dafür meckere ich auch nicht, wenn es abends mal später wird oder ich mit raus muss. Die meisten Morde passieren am Wochenende. Ach, wem sagen Sie das? Und Sie schieben jedes Wochenende Dienst? Die meisten. Die anderen sind froh, wenn sie um die Wochenenddienste drumherum kommen. Dann haben Sie nicht viel Freizeit. Im Moment nicht. Meine Freizeitaktivitäten verschiebe ich auf die Abendstunden. Mhm. Solange die Inspektion A nicht ruft. So ist es. Er hob sein Glas. Lassen Sie uns darauf trinken, dass Böhm wenigstens heute Ihre Rufnummer verlegt hat. Sie stießen noch einmal an. Der Kellner kam mit dem Essen und sie schwiegen eine Weile. Sie haben mir immer noch nicht erzählt, wie Sie bei der Sitte gelandet sind. Haben Sie sich in eine Juwelendieben verliebt, die Sie auf die Wache bringen sollten? So war es dem Schupo vorhin im Film ergangen, und zu allem Überfluss hatte er auch noch deren Gangsterfreund umgebracht. Doch am Ende hatte die Diebin ihren geliebten Schupo durch ein Geständnis gerettet und war für ihn in den Knast gegangen. Ziemlich an den Haaren herbeigezogen, aber ganz amüsant nur dass sie mit dem Polizeialltag wenig zu tun hatte. Das schien er auch zu denken. Schön wär's, sagte er. Die Wirklichkeit ist weniger romantisch. Ich wollte nach Berlin und am Alex war nichts anderes frei. Woher kommen Sie denn? Er blickte sie erstaunt an. Sagen Sie bloß, das hört man nicht. Rheinland? Und ich hatte gehofft, ich wäre mein Akzent losgeworden, habe mich sogar schon beim Berlinern erwischt. Eigentlich wollte ich ja wissen, in welchem Ressort sie früher gearbeitet haben. Alles, von schwerer Körperverletzung bis Mord. Sie war erstaunt, das hätte sie nicht gedacht. Ein Kommissar, der schon als Mordermittler gearbeitet hatte, war freiwillig zur Sitte gegangen, nur weil er nach Berlin wollte. Das hätte auch nicht jeder gemacht. Sie aß schweigend weiter und hing ihren Gedanken nach. Warum wollen Sie Polizistin werden? fragte er sie unvermittelt. Weil es zu wenig Frauen in diesem Beruf gibt und weil ich etwas gegen Leute habe, die denken, sie können machen, was sie wollen und kommen damit auch noch ungeschoren davon. Sie hatte nicht lange überlegen müssen. Aber eigentlich ist das noch nicht ausgemacht, dass ich Polizeibeamtin werde. Erstmal muss ich studieren, schob sie schnell nach. Er nickte ernst. Sie haben recht. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Aktendeckel über einem ungelösten Fall schließen zu müssen. Ja. Glücklicherweise haben wir unter Gennert nicht allzu viele nasse Fische. So nannten sie in der Burg die ungelösten Fälle. Sie schaute ihn an, er schien den Ausdruck zu kennen. Die Inspektion A hat eine enorm hohe Aufklärungsquote, fügte sie hinzu und hätte sich im selben Moment auf die Zunge beißen können. Ja, dann arbeitet der Kollege Böhm ja im Moment gegen die Statistik, sagte er. Als ich ihn am Montag im Konferenzsaal erlebte, hatte ich das Gefühl, dass seine nasse Leiche auch zu einem nassen Fisch zu werden droht. Sie nickte. Stimmt. Sieht schlecht aus. Ich bin heute nach drei Tagen Pause wieder im Dienst erschienen und der Ermittlungsstand ist noch derselbe wie Sonntag. Das passiert selten. Wissen Sie denn inzwischen, um wen es sich bei dem Toten handeln könnte? Sie schüttelte den Kopf. Wir sind alle vermissten Fälle seit 1927 durchgegangen. Wir haben sämtliche Anwohner mehrfach befragt. Fast alle Zeitungen haben ein Foto abgedruckt. Doch bis auf die üblichen Idioten hat sich niemand gemeldet. Es ist schon seltsam, dass niemand diesen Toten zu kennen scheint. Er nickte. Hm, kaum zu glauben. Da wird mitten in einer Vier-Millionen-Stadt ein Toter gefunden und von sämtlichen Vier-Millionen-Einwohnern scheint ihn kein einziger jemals gesehen zu haben. Einer muss ihn gesehen haben. Sie meinen den Mörder. Genau. Aber der wird sich nicht melden. Dann haben Sie gar nichts, wo Sie ansetzen können? Wenn Sie schon einmal Mordermittler waren, dann wissen Sie ja, was es heißt, eine unidentifizierte Leiche zu haben. Normalerweise sucht man den Täter in der Umgebung des Opfers. Freunde, Feinde, Familie, Geschäftspartner. Nur, wie sollen wir das, wenn wir nicht einmal wissen, wer da überhaupt gestorben ist? Haben Sie denn sonst keine Spuren? Wir haben kaum Anhaltspunkte. Der Mann trug einen teuren Anzug, niemand kennt ihn und er hatte schlechte Zähne. Er fuhr ein teures Auto, das aber gestohlen war. Er ist gefoltert worden und starb an einer Heroinvergiftung. Er war schon acht bis zehn Stunden tot, als das Auto mit ihm in den Kanal fuhr. Jemand hat das Gaspedal mit einer Metallstange fixiert. Kurioserweise mit der Lenkstange eines Opel's. Das alles ergibt keinen Zusammenhang mögen Sie Ihren Chef? Böhm. Sie zuckte mit den Schultern. Ach, was heißt mögen? Er ist jedenfalls längst nicht so brummig, wie er immer tut. Alle Inspektionen sollen der Mordinspektion in diesem Fall helfen. War das seine Idee? Natürlich nicht. Das kommt von Sir Giebel persönlich. Der will bald Ergebnisse sehen, und da können solche Massenaktionen manchmal helfen, obwohl der Presseaufruf bislang ein Reinfall war. Und dabei sind immerhin 500 Mark Belohnung aus der Staatskasse für Hinweise ausgesetzt. So gehen die Sozis mit unseren Steuergeldern um. Dann sind Sie wohl kein Sozialdemokrat? Er schüttelte sich. Ach, kommen Sie mir bloß nicht mit Politik. Bei der IA zu arbeiten, das ist das Einzige, was noch schlimmer ist als die Sitte. Die beschnüffeln ja sogar die eigenen Kollegen. Der Kellner räumte das Essen ab. Ich habe mich noch gar nicht für die Einladung bedankt, sagte sie und holte eine Juno aus der Schachtel. Er gab ihr Feuer und schaute ihr dabei kurz in die Augen. Sie spürte ein kleines Kribbeln. Vielen Dank für Ihre Gesellschaft, sagte er und zündete sich selbst eine Zigarette an. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber Sie sind die netteste Kollegin, die ich bislang in der Burg getroffen habe. Ach, dieser Wettbewerb ist im Moment leicht zu gewinnen. Sie gehören da nicht gerade zu den beliebtesten Kollegen. Man erzählt sich, sie seien Zörgiebel in den Allerwertesten gekrochen und deswegen würde der PP sie protegieren. Protegieren? Soll das ein Witz sein? Arbeite ich deshalb bei der Sitte? Sie machte eine abwehrende Handbewegung. Ich sage nur, was in der Kantine so erzählt wird. Dieses Gerücht durfte Lanke in die Welt gesetzt haben. Der wollte nämlich eigentlich seinen Neffen zurück zum Alex holen und auf den Stuhl setzen, auf dem Sie jetzt sitzen. Sie sind schuld, dass der nun vorerst weiter im Kriminalamt Köpenick schmort. Köpenick? In Ungnade gefallen? Ich denke, der junge Lanke ist noch nie wirklich in Gnade gefallen. Der kam vor fünf Jahren frisch von der Polizeischule zum Alex und hat gleich Mist gebaut. Inzwischen ist Gras über die Sache gewachsen und Lanke wollte ihn zurückholen. Er war sich mit Dortzwiebel schon einig und dann kamen Sie. Davon hat mir ja nicht einmal Bruno was erzählt. Wolter? Natürlich nicht. In der Burg erfahren Sie alles, nur nicht, wenn es um Sie selbst geht. Aber glauben Sie mir, Wolter ist froh, daß der Kelch-lanke Junior an ihm vorübergegangen ist. Der muß Sie doch mit offenen Armen aufgenommen haben, oder? Und warum erzählen Sie mir das alles? Schon während des Essens hatte er das Orchester beobachtet, das eine Etage tiefer spielte, keine Sängerin. Den ganzen Abend noch nicht. Wenn jemand sang, dann Ilja Tretschkow selbst. Trompete spielen konnte er besser. Der Bandleader schien sich von Lana Nikoros getrennt zu haben. Oder sie von der Band. Das wollte er Tretschkow wenigstens noch fragen. Gleich nach dem Essen hatte er Charlotte aufs Parkett geführt. Sie tanzte gut. Die Blicke in ihren Augen verwirrten ihn. Er mußte aufpassen, daß er nicht vergaß, warum er hier war. Warum er auch hier war. Über zwei Stunden waren sie schon im Europa-Pavillon und die Band hatte die ganze Zeit ununterbrochen gespielt. Jetzt erst machte sie die erste Pause. Die Tänzer applaudierten, als sich die Musiker verbeugten. Ein Stehgeiger überbrückte die Musikpause mit ein paar Schnulzen. Kein Mensch beachtete ihn. Tretschkows Musiker, die geschlossen zur Bar gingen, fanden mehr Beachtung. Er führte Charlotte zurück an ihren Tisch. Die Champagnerflasche im Kühler war fast leer. Er winkte den Kellner heran und bestellte noch eine. Nachdem er einen Schluck getrunken hatte, entschuldigte er sich kurz und verschwand in Richtung Toiletten. Kurz vor der Toilettentür schwenkte er zur Bar. Das konnte sie nicht mehr sehen, trotz ihres günstigen Platzes auf der Galerie. Ilja Tretschkow saß mit seinen Musikern an einem Tisch, vor sich ein großes Bier, das er schon halb leer getrunken hatte. Rat hatte seine Marke dabei und zeigte sie aber diskret, so daß nur Tretschkow sie sah. Ich muss hier einen Moment sprechen, sagte er dem Trompeter. Am besten unter vier Augen. Tretschkow stand auf. Sie setzten sich in eine ruhige Ecke an die Bar. Meine Papiere sind in Ordnung, meinte der Musiker, bevor er sich setzte und suchte seine Taschen ab. Er sprach nahezu akzentfreies Deutsch. Es geht nicht um Sie, es geht um eine Sängerin, Lana Nikoros. Tretschkow setzte sich neben Rat. Lana, haben Sie sie gefunden? Wie meinen Sie das? Also nicht. Würde ja wahrscheinlich auch nichts Gutes bedeuten, wenn die Polizei sie findet. In seinem Gesicht wechselten Hoffnung und Enttäuschung einander ab. Ich mache mir Sorgen um sie. Nachdem wir aus dem Delphi raus mussten, ist sie einfach nicht mehr aufgetaucht. Dabei wusste sie, dass wir ein neues Engagement gefunden hatten. Was meinen Sie mit nicht mehr aufgetaucht? Wir spielen seit zwei Wochen im Europa -Pavillon. Vorher haben wir hier ein paar Mal geprobt. Sie kannte die Termine, doch sie ist nicht gekommen. Das hat sie vorher noch nie gemacht, und wir haben fast zwei Jahre zusammengearbeitet. Haben Sie nicht versucht, sie zu erreichen? Natürlich, aber das war zwecklos. In ihrer Wohnung waren sie ja wahrscheinlich auch schon. Fast alles ist noch da, nur sie fehlt und ein paar Sachen, so als wäre sie verreist. Sie waren in Ihrer Wohnung? In Kreuzberg, Luisenufer. Ich habe einen Schlüssel. Rat nickte. Er hätte wetten können, dass er die Hausnummer kannte. Nicht, was Sie denken, beeilte sich Tretschkow zu erklären. Wir sind einfach Kollegen und Freunde. Am Luisenufer, wiederholte Rat, aber da wohnt sie nicht unter dem Namen Lana Nikoros. Nein, das ist nur ihr Künstlername. Eigentlich heißt sie Sorokin. Svetlana Gräfin Sorokina. Ein bekannter Name in Russland. Das Sorokin-Gold. Rat konnte es kaum fassen. Lana Nikoros war eine aus der Sorokin-Sippe. Die Freundin von Alexei Kardakov. Der Musiker hatte seine Erregung nicht bemerkt. Er redete weiter. Und deswegen lebt sie natürlich inkognito in Berlin. Deswegen steht auch ein Allerweltsname an ihrer Wohnungstür. Sonst hätten die Sowjets sie längst aufgespürt. Es klang so, als wäre genau das seine Befürchtung. Was will Stalin denn von ihr? fragte Rat. Was er will? Sie gehört einer der angesehensten Adelsfamilien des Landes an. Darf ich Sie daran erinnern, was die Bolschewiken mit den Romanows gemacht haben? Er war zu lange weggeblieben. Eine Frau wie Charlotte sollte man nicht alleine lassen. Als er zurückkam, saß da jemand bei ihr am Tisch. Ein öliger, schmieriger Typ mit Nussknackerlachen. Irgend so ein halbseidener Angeber, der sich unglaublich toll vorkam und nicht merkte, dass er Charlotte anwiderte. Rat hasste solche Typen und spürte, wie die Wut in ihm hochstieg. Oder war es Eifersucht? Er wischte den Gedanken beiseite. »Entschuldigen Sie, aber dieser Tisch ist reserviert. Würden Sie uns bitte allein lassen?« Der Mann lachte nur. Haha, »Ist die Dame etwa auch reserviert?« Rat sah es dem Schmierlappen an seinen Augen an, die große Klappe war nur geborgt, die hatte er sich vorhin in Pulverform auf dem Klo reingezogen. Er beugte sich zu dem Mann hinunter. Dann griff er ihm so schnell in den Schritt, daß der Kerl, bevor er reagieren konnte, nur noch mit zusammengepressten Zähnen dasaß und es nicht wagte, sich zu bewegen. Das alles spielte sich im Schatten der Tischdecke ab, so daß Charlotte es nicht sehen konnte. Hör mir mal zu, mein kleiner Schneemann, flüsterte Rat dem nach Luft japsenden Mann leise zu, den Mund ganz dicht an dessen Ohr und klang dabei wie die Liebenswürdigkeit in Person. Du warst so dämlich, dich mit deinem Koks zu Bullen an den Tisch zu setzen. Wenn du nicht in zehn Sekunden diesen Laden hier verlassen hast, dann wirst du nicht nur die nächsten Wochen Schmerzen beim Pinkeln haben, dann werde ich auch dafür sorgen, dass du hinter Gitter wanderst. Hast du mich verstanden? Die letzte Frage unterstrich er, indem er seinen Schraubstockgriff noch fester anzog. Der Lackaffe nickte eifrig. Er war blaurot angelaufen, selbst der Kopfhautstreifen, den sein schnurgerader Scheitel sehen ließ, hatte sich verfärbt. Also flüsterte Rat, wenn du das nächste Jahr nicht im Bau verbringen willst, dann verziehst du dich, sobald ich loslasse. Aber nicht ohne dich vorher vor der Dame höflich zu verbeugen. Der Mann nickte wieder und Rat ließ los. Der Gigolo stand auf, schaffte es tatsächlich noch so etwas wie eine Verbeugung vor Charlotte hinzukriegen und ging hinunter ins Vestibül, mit flinken, aber seltsamen Schritten, die aussahen, als habe er in die Hosen gemacht. Sie schaute ihm irritiert nach. Hm, dem ist wohl der Alkohol zu Kopf gestiegen, sagte Rat, als er sich wieder zu Charlotte setzte. Die schien beeindruckt. Machen Sie das mit allen Leuten, die Ihnen in die Quere kommen? fragte sie. Der Wecker war auf eine deutlich frühere Zeit gestellt als sonst. Viel geschlafen hatte er nicht, hatten sie nicht. Rat lag schon wach, als der Zeiger einrastete und die rasselnde Glocke auslösen wollte. Mit einem schnellen Schlag stoppte er das blecherne Monstrum auf dem Nachttisch, bevor es Lärm machen konnte. Er drehte sich um, schwarzes Haar auf dem Kopfkissen. Sie lag noch neben ihm. Es war kein Traum. Er streichelte sie und küßte sie auf den Nacken und ihren schlanken Hals. Er spürte, wie sie erwachte. Obwohl sie noch eine Weile liegen blieb, damit er sie weiter küßte, dann drehte sie sich um und lächelte ihn an. Wann war es eigentlich passiert? Kurz nachdem er diesem Gigolo die Meinung gegeigt hatte, waren Tretschkovs Musiker aufs Podium zurückgekehrt und er hatte Charlotte wieder zur Tanzfläche geführt. Charlie, sie hatten getanzt, und dabei hatte sie ihn so angeschaut, dass er gar nicht anders konnte. Zuerst hatten sich nur ihre Nasen berührt, und dann hatte er sie geküsst, leise nur, aber sie hatte diesen Kuss erwidert. Sie tanzten noch eine Weile, wagten es jedoch nicht mehr, sich zu küssen, nicht in aller Öffentlichkeit auf der Tanzfläche. Dann führte er sie vom Parkett zurück zum Tisch, Ihre Hände hatten sich nicht mehr losgelassen, sie hatten noch etwas getrunken und sich angeschaut, plötzlich war es ernst zwischen ihnen geworden. Sie hatte als erste ihr Lächeln wiedergefunden. Und nun? hatte sie gefragt. Er hatte mit den Schultern gezuckt. Vielleicht sollten wir uns duzen, schlug er vor. Sie lachte. Ich heiße Charlotte, aber bis auf meine Mutter nennen mich alle Charlie. Auch in der Burg? Da bin ich Fräulein Ritter. Ich heiße Gerion. Ein seltsamer Name noch nie gehört. Ein Kölner Heiliger, meine Eltern sind sehr katholisch und sehr rheinisch. Ich möchte mehr von dir, Gerion, hatte sie geflüstert. Schon im Taxi hatten sie damit angefangen. Und nun lag sie neben ihm, streichelte über seine Wange und lächelte ihn an. Die Bettdecke rutschte weg und die Sonne schien auf ihren schlanken Körper. Er spürte, wie die Lust zurückkehrte, doch dafür hatten sie jetzt keine Zeit. Sie mußten sich sputen. Er hatte es nicht Weinert gleich tun wollen, der seine Damen immer mitten in der Nacht nach Hause schickte. Nein, nicht mit Charlie. Er wollte neben ihr einschlafen und neben ihr aufwachen. Und nun hatte er keinen blassen Schimmer, wie er sie unbemerkt an Elisabeth Behnke vorbeischmuggeln sollte. Die bereitete womöglich schon das Frühstück zu. Dass er eigentlich keinen Damenbesuch empfangen durfte, hatte er Charlie gestern bereits gestanden. Ich wollte immer schon mal etwas Illegales tun, hatte sie nur gesagt. Und so hatte er sie leise in sein Zimmer gelotst. Er hatte nicht ernsthaft mit der Möglichkeit gerechnet, dennoch hatte er gestern, bevor er sich auf dem Weg zum Europahaus gemacht hatte, vorsichtshalber den Stadtplan von der Wand genommen und die Fotos versteckt. Sie betrieben ein wenig Katzenwäsche an der Waschschüssel, die auf dem altmodischen Frisiertisch in seinem Zimmer stand. Vor dem Spiegel brachten sie sich halbwegs wieder in Form für den Arbeitstag in der Burg. Es ging ganz gut, Rat war auch schon zerknitterter zum Dienst erschienen, und Charlotte sah sowieso umwerfend aus. Auch wenn sie etwas Zeit brauchte, um ihr Haar wieder zu richten, und einen Strumpf vermisste. Aber dann stand sie reisefertig vor ihm. Er öffnete seine Zimmertür und schaute auf den Flur, niemand zu sehen. Kaffeeduft zog ihm in die Nase. Er öffnete die Wohnungstür, während Charlie im Zimmer stehen blieb. Dann winkte er sie zu sich hinüber. Schnell schoss sie über den Flur ins Treppenhaus. Die Treppen ging sie auf Zehenspitzen hinunter. Rat schloss die Wohnungstür so leise wie möglich und ging zurück in sein Zimmer. Puh, das Heikelste hatten sie geschafft. Charlie war draußen. Er warf sich in den Mantel, nahm den Hut und wollte ihr gerade nach, als sich die Tür zur Küche öffnete. Elisabeth Behnke stand dort im Morgenmantel, diesmal aber hochgeschlossen. Guten Morgen. Das Gerion verkniff sie sich, machte überhaupt einen verkniffenen Eindruck. Guten Morgen, Elisabeth. Kein Frühstück? Vielen Dank, aber ich habe heute viel zu tun. Habe ich dir das gestern nicht gesagt? Warst du heute schon einmal unten? Mir war so, als hätte ich die Tür gehört. Gute Vorlage. Danke. Ich hatte wichtige Papiere vergessen. Er schaute auf die Uhr. So, nun muss ich aber. Keine weitere Diskussion. Er setzte den Hut auf und lief die Treppen hinunter. Unten auf der Straße wartete Charlie schon auf ihn. Sie hatte sich in einem Hauseingang versteckt. Die Frau dachte mit. Man merkte, dass sie in der Burg arbeitete. Ebenso unauffällig, wie sie aus der Wohnung geschlichen waren, betraten sie eine knappe Stunde später das Präsidium. In die U-Bahn waren sie nach einem kurzen Frühstück am Wittenbergplatz noch gemeinsam eingestiegen, hatten sogar eine Weile noch verliebt nebeneinander gesessen. Doch sobald sich die Bahn dem Alex näherte, waren sie auseinandergerückt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kollegen zustiegen, wuchs mit jeder Station. Rat hatte Charlie noch einen letzten Kuss gegeben und war schon am Spittelmarkt aufgestanden. Am Alex waren sie dann aus unterschiedlichen Türen aus der Bahn gestiegen und kurz darauf in einigem Abstand wie zwei Fremde durch den Bahnhof spaziert, vorbei an Bretterwänden und Absperrungen. Auch in sechs Metern Tiefe glich der Alexanderplatz einer Baustelle. Charlie war zuerst in die Burg gegangen, er hatte sich noch ein paar Fahrpläne angeschaut, bevor er sich ebenfalls auf den Weg in die Dirksenstraße gemacht hatte. Das Büro war noch leer, die Poststelle hatte ihnen einen Besuch abgestattet, auf seinem Schreibtisch fand Rat ein Paket vor. Als er die fremden Aufkleber erkannte, wusste er sofort Bescheid, es gab nur einen, von dem er Post aus Übersee bekam, und der seine neue Dienstadresse kannte. Für einen Moment vergaß Rat sogar Charlie, als er die Kordel aufschnitt und das Paket öffnete, Zeitungsseiten quollen heraus, englischsprachige Zeitungsseiten. Das Paket war gut gepolstert, Obenauf lag ein Brief, doch Rats Neugier galt erst einmal etwas anderem. Eine neue Platte. Er betrachtete das flache Pappquadrat und ließ die Innenhülle mit einer geübten Bewegung herausrutschen. Fletcher Henderson Orchestra las er Easy Money Blues. Frisch aus New York. Am liebsten hätte er sofort mal reingehört. Nur ein Mann schickte ihm solche Platten. Ein Mann, den es in der Welt seines Vaters nicht mehr gab. Severin Rath, im Frühjahr 1914 mit einem Postschiff nach Amerika gefahren und seither nicht mehr zurückgekehrt. Nicht als im August der Krieg ausbrach und das Vaterland zu den Fahnen rief, auch nicht als der Krieg viereinhalb Jahre später vorbei war. Gerion konnte seinen Bruder verstehen, damals schon und heute noch viel mehr. Engelbert Rath hatte seinen Sohn nicht verstanden die schande eines vaterlandsverräters in der eigenen familie hatte ihn tief getroffen die konnte auch der heldentod seines ältesten nicht aufwiegen im gegenteil es war als gäbe er severin die schuld an annos tod jedenfalls ließ engelbert rat ohne mit der wimper zu zucken auch einen zweiten sohn sterben allein durch schweigen über severin wurde im hause rat nicht mehr gesprochen seine briefe nicht beantwortet ja nicht einmal gelesen bis irgendwann keine mehr kam Niemand, nicht einmal Ursula, wusste, dass Gerion nach dem Krieg versucht hatte, seinen Bruder zu finden. Gar nicht so einfach, denn die alte New Yorker Adresse stimmte nicht mehr, und viele in der Stadt hatten ihre deutschen Namen in den Zeiten amerikanischer Kriegshysterie anglisiert, um der Gefahr einer Internierung auf Alice Island zu entgehen. Nach einem umständlichen Briefwechsel mit US-Behörden, die nicht immer freundlich reagierten, hatte er 1921 schließlich einen Severin Rath in Hoboken, New Jersey ausgemacht. Und der hatte ihm tatsächlich zurückgeschrieben, postlagernd, wie vereinbart. Damals hatte die erste Jazzplatte beigelegen, der Anfang einer kleinen Sammlung. Rath holte die schwarze Scheibe aus ihrer Hülle und hielt sie wie kostbares Porzellan. Nachtblau, silberne Schrift. Come on, baby, hieß der Titel auf der anderen Seite, was ihn sofort wieder an sie erinnerte. Charlie saß nur ein paar Räume weiter, allein der Gedanke daran machte ihn wahnsinnig. Stefan Jänicke riss ihn aus seinen Träumen, der Frischling stürmte voller Tatendrang durch die Tür, überrascht schon einen Kollegen im Büro zu sehen. Wolltest du gestern Abend nicht unterwegs sein? fragte er verwundert. Geschlafen wird am Monatsende, sagte Rat nur und packte das Paket wieder ein. Das hatte er gestern Nacht auch zu Charlie gesagt, als sie in sein Bett gefallen waren, aber nicht um zu schlafen. Er merkte, wie ihn allein der Gedanke daran wieder erregte. Es wurde Zeit, dass er diese Frau aus dem Kopf bekam, wenigstens für ein paar Stunden. Er hatte zu arbeiten. Es sollte beim guten Vorsatz bleiben den ganzen tag hatte er ihr hübsches gesicht nicht aus seinem kopf vertreiben können so sehr er sich auch bemüht hatte immer wieder hatte bruno ihn beim träumen ertappt und dabei ging es um die planung der razzia selbst jänike schien zu merken daß mit rat etwas nicht stimmte am schlimmsten war es als er ihr einmal auf dem gang begegnete er siezte sie grüßte höflich und distanziert so wie sie es besprochen hatten und sie Sie zog ihn an seiner Krawatte in ein Büro und küsste ihn. Gott sei Dank war es leer. Wenn jemand kommt, sagte Rat und schaute sich um. Keine Angst, der Kollege ist beurlaubt. Bevor er die Tür schloss, schaute er auf den Gang. Niemand hatte etwas gesehen. Dann fielen sie sich in die Arme. Ich will dich heute Abend sehen, sagte sie. Es geht aber leider nicht. Du weißt doch die Besprechung. Ich weiß, Dienst ist Dienst. Das musst du einer alten Preußin nicht sagen. Genau, und für den Schnaps bleibt heute leider keine Zeit. Dann will ich jetzt noch ein bisschen Schnaps, sagte sie und küsste ihn wieder. Mit einer Erektion hatte er schließlich über den Gang zurück in sein Büro humpeln müssen, froh niemandem zu begegnen. Als er dort ankam, konnte er zwar wieder normal gehen, war aber immer noch völlig durcheinander. Nun ging gar nichts mehr. Schließlich hatte Bruno ihn nach Hause gelassen. Zum Glück, so hatte er sich besser auf den Abend vorbereiten können, seine wirren Gedanken etwas sortieren. Auch im Plaza hätte er sie gern neben sich gehabt, obwohl er natürlich wusste, dass das nicht ging. Niemand aus der Burg wusste, dass er hier war und schon gar nicht, warum er hier war und es durfte auch niemand wissen. So saß er an der Bar im Foyer des Varietés, nippte an seinem Americano und dachte an Charlie. Das Bühnenprogramm war ihm noch langweiliger erschienen als am Sonntag, fünf Tage zuvor. Diesmal war Rat aufgestanden, als der einsame Cowboy auftrat. Seine Nachbarn im Zuschauerraum hatten sich über den Knödeltenor noch amüsieren können und getuschelt und gelacht. Diesmal hatte sich keine Blockflötenlehrerin neben ihn gesetzt, sondern ein Mann mit Monokel und grauem Bart, den eine junge, elegante Frau begleitete. Unübersehbar aus dem Westen. Den würde das Lachen auch noch vergehen, dachte er, als er sich an ihnen vorbei zum Ausgang drängte. Er sollte recht behalten. Keine fünf Minuten später kamen auch sie an die Bar. Der Monokelmann setzte sich auf den Barhocker neben ihn, die Frau einen Platz weiter. Rath bestellte noch einen Americano. Für heute hatte er sich nach dem Reinfall am Sonntag eine andere Taktik überlegt, und dafür war die Bar der richtige Ausgangspunkt. Den meisten Leuten, die sich im Foyer betranken, konnte man ansehen, dass sie Besucher aus dem Westen waren, obwohl das Plaza eine harmlose Insel inmitten einer Gegend verruchter Lokale war, schauten sie sich immer wieder verstohlen um, als erwarteten sie jeden Augenblick eine Messerstecherei, mindestens aber eine Schlägerei oder eine Polizeirazzia. Dieses Volksvarieté hatte allerdings ganz und gar nichts Verruchtes, eine Enttäuschung. Die junge Frau schien ähnlich zu denken. So aufregend ist es hier aber nicht, Schnucki, sagte sie zu dem Monokelmann. Schnucki nippte an seinem Glas und strich sich gedankenverloren durch den grauen Bart. Du hast recht, mein Engel, ich bin aus dieser Gegend auch anderes gewohnt. Das hier ist ja ein ganz biederer Amüsierbetrieb. Halbach hätte uns warnen sollen. Nicht mal Champagner, nur klebriger Sekt. Wir sollten austrinken und gehen. Ich kenne da ein Etablissement, da wirst du Augen machen. Vor allem müsste ich mir dringend mal die Nase pudern, sagte der Engel und lachte nervös. Dann sollten wir schnell austrinken. Rat wurde hellhörig. Nase pudern war eines der Stichwörter, auf die er gewartet hatte. Er ließ die Schachtel Overstolz, die er gerade aus der Jacke fischen wollte, zurück in die Innentasche gleiten. Entschuldigen Sie, sprach er den Graubärtigen an, der direkt neben ihm saß. Zufällig habe ich Ihr Gespräch mit angehört. Sie kennen ein Lokal hier in der Nähe? Der Mann musterte ihn mißtrauisch. Wissen Sie, fuhr Rat fort, ich finde hier keinen Kakao auf der Karte. Am Townziehen kenne ich mich aus, aber hier in der Gegend... Der Mann schien ihn verstanden zu haben. Er schaute freundlicher. Sie sind wohl auch aus Charlottenburg, was? Rat nickte. Der andere klopfte ihm jovial auf die Schulter. Mein lieber Mann, ich lasse ja auf einen wilden Abend im geliebten Charlottenburg nichts kommen, aber hier gibt es ein Lokal, davon können wir im Westen nur träumen. Bei uns hätten die Polypen das längst ausgehoben, aber hier trauen sich die Blauen ja nicht ran. Unser Glück, im äh, Venuskeller gibt es alles, was sie für ihr Glück brauchen. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Sie mussten nicht weit laufen. Schnucki führte sie in die Posener Straße. Dort steuerte er zielsicher eine heruntergekommene Mietskaserne an, der Stuck bröckelte schon von der Fassade. Keine Neonreklame, keine Schilder, nichts deutete in irgendeiner Form auf Nachtleben hin, nichts außer ein paar dunklen Gestalten, Männer, die man kaum bemerkte, lungerten an den Straßenecken und in den Häuserschatten herum, einer auch in der Toreinfahrt, durch die sie nun hindurch wollten. Er war durchaus elegant gekleidet, unter einem leichten Mantel trug er Abendanzug und Fliege. Von der Statur her erinnerte er jedoch eher an einen Boxer als an einen Kavalier, seine Augen waren unter dem Schatten der Hutkrempe nicht zu sehen, wohl aber ein massives Kinn. Rat war auf alles gefasst, auf einen ansatzlosen Schlag in die Magengrube oder einen Pistolenlauf an der Schläfe, nur nicht auf das, was dann kam. Der Mann war von ausgesuchter Freundlichkeit. Herr Generaldirektor, beehren uns mal wieder. Schnucki war sichtlich stolz, dass man ihn hier kannte. Er wuchs um mindestens zwei Zentimeter. Muss sein, muss sein, mein Lieber. Will meinen Freunden mal zeigen, wo richtig gefeiert wird. Der Engel guckte gelangweilt. Rat war sich nun sicher, daß sie keine Luxusnutter war, sondern eine verwöhnte, höhere Tochter auf Abenteuerkurs, die der Alte da aufgegabelt hatte. Seine Frau war sie jedenfalls nicht. »Natürlich, Herr Generaldirektor. Viel Vergnügen.« Der Mann machte den Weg frei und sie gingen in den Innenhof. In einem Kellerabgang brannte ein rotes Licht. Unten war eine Eisentür. Herr Generaldirektor klopfte. Zweimal lang, dreimal kurz. Pause dreimal kurz, einmal lang, zweimal kurz. Die Tür öffnete sich geräuschlos und mit einem Mal drangen dumpfes Stimmengewirr und der abgedämpfte Lärm wilder Jazzmusik nach draußen. Ein Mann schaute sie an, gegen den der Gorilla auf der Straße ein Kapuzineräffchen war. Erst nachdem er sie eingehend gemustert hatte, trat er beiseite und ließ sie passieren. Die Musik kam immer näher, als sie durch einen schwarzen Gang schritten. Rote Lampions an den Wänden warfen ein schummriges Licht. Eine Garderobiere nahm ihnen die Mäntel ab, dann schob ein livrierter Diener einen schweren Ledervorhang beiseite, der bis zum Boden reichte. Von einem Moment auf den anderen wurde die Geräuschkulisse lauter. Sie mußten ihre Stimmen anheben, um sich zu unterhalten. Der große Raum, den sie betraten, wirkte überhaupt nicht wie ein Keller, sondern eher wie ein in rotes Licht getauchter Thronsaal. Ein mächtig überfüllter Thronsaal allerdings. Überall an den Wänden schossen Amorfiguren aus Gips ihre Pfeile ab. Ein Kellner führte sie an einen Tisch direkt an der Bühne, der die Form einer großen Muschel hatte. Dort vergnügte sich ein falscher Indianer gerade mit einer echten Weißen, die zwar mit den Händen an einen Marterpfahl gebunden, ansonsten aber sehr zugänglich war. Der Venus-Keller schien sich in der Wahl seiner Themen eng an das Plaza anzulehnen aber vielleicht war es ja auch umgekehrt. Na, hab ich zu viel versprochen? sagte der Generaldirektor, als sie saßen und er den Kellner mit einem 100-Markschein auf die Reise geschickt hatte. Die Darbietungen auf der Bühne schienen ihn nicht sonderlich zu überraschen, Rat dagegen hatte es die Sprache verschlagen, obwohl er von seiner Arbeit bei der Sitte einiges gewöhnt war. Selbst der Engel schien an den Wangen ein wenig rot geworden zu sein, vielleicht war es auch nur das Licht, Ihre Augen sahen immer noch gelangweilt aus. Der Kellner kam mit einer Flasche Champagner, drei Gläsern und einer kleinen silbernen Zuckerdose zurück. Der Generaldirektor trug offenbar seine Spendierhosen. Nachdem sie mit Champagner angestoßen hatten, reichte er die Zuckerdose zunächst seinem Engel, dann auch Rat. Sie sehen, hier steht Kakao auf der Karte, sagte er, und zwar sehr guter. Probieren Sie ruhig, lieber Freund. Rat zögerte. Er hatte noch nie Kokain genommen. Andererseits durfte er jetzt nicht kneifen. Da konnte er genauso gut gleich seine Marke vorzeigen oder wieder nach Hause gehen. Keine falsche Bescheidenheit, meinte der Graubärtige. Nehmen Sie. Wir Charlottenburger sollten in Gegenden wie dieser zusammenhalten. Rat gab sich einen Ruck und nahm eine kleine Prise aus der Dose. Da musste er nun durch. Engel war bereits dabei, sich auf einem Taschenspiegel eine kleine Bahn zurechtzulegen, an die sie ein silbernes Röllchen anlegte. Er hatte mit allem Möglichen gerechnet, damit Sterne zu sehen, bunte Farben, helle Lichter oder so etwas, doch alles, was er spürte, als er das weiße Pulver durch die Nase zog, war ein taubes Gefühl. Seine ganze Nase war betäubt, er hätte es nicht einmal gemerkt, wenn jemand sie abgeschnitten hätte. Und dann spürte er, wie das Kokain in seinem Hirn andockte. Mit einem Schlag war er hellwach, es war, als habe jemand die Musik lauter gestellt, und dennoch konnte er die vielen durcheinandersprechenden Stimmen deutlicher verstehen als vorher. Er fühlte, wie Energie und Lebenslust förmlich aus ihm heraussprühen wollten. Auch die junge Frau war wie verwandelt, plötzlich konnte sie lächeln, was ihr einen Schaum verlieh, den er ihr niemals zugetraut hätte. Erst jetzt merkte er, wie jung sie eigentlich war, höchstens zwanzig. Und der Generaldirektor ging mindestens auf die fünfzig zu, wenn nicht sogar auf die sechzig. Ich möchte tanzen, Schnucki, sagte sie. Der Generaldirektor winkte ab. Nicht mit mir, was ist mit Ihnen, junger Freund? Da zog der Engel ihn schon vom Tisch. Die Tanzfläche befand sich am anderen Ende des Saals, direkt vor der Empore mit der Kapelle. Ekstatisch tanzende Menschen zappelten neben eng umschlungenen Liebespaaren. Sie zog ihn sofort zu sich heran und legte ihre Arme um seinen Nacken. Sie sind ein ganz süßer, wissen Sie das? Da sind Sie nicht die Erste, der das auffällt. Er versuchte sich von ihren Armen zu befreien, doch das war ungefähr so vergeblich wie der Kampf gegen eine Riesenkrake. Oh, was haben Sie denn da? Zu spät, das Schulterholster. Sie schaute ihn an, als errege sie die Waffe. Da können Sie ja von Glück reden, dass die Gorillas am Eingang uns nicht gefilzt haben. Sind Sie etwa ein Ganove? Oder ein Bulle? In dieser Gegend kann man nicht vorsichtig genug. Noch bevor er den Satz beenden konnte, hatte sie ihm ihre Zunge in den Mund geschoben. Es dauerte etwas, bis er sich befreit hatte. Sie lachte ihn an. Schießen Sie doch, wenn ich Ihnen zu gefährlich werde? Und schon hatte sie eine Hand in seinem Schritt. Sie haben da ja noch eine Waffe, keuchte sie an seinem Ohr. Sollen wir die nicht mal ausprobieren? Es reichte ihm, für das wilde Leben war er offensichtlich nicht geschaffen. Er riss sich los und ließ sie stehen. Es schien ihr nichts auszumachen, er hörte ihr lachen, als er sich einen Weg durch den Saal bahnte, gut, dass es dunkel war. Als er den Tisch erreichte, war seine Erektion wieder verschwunden. Auf der Bühne hatte ein Cowboy den Indianer inzwischen in ein Lasso gewickelt. Die vom Marterpfahl befreite Frau bedankte sich gerade bei ihm. Der Generaldirektor schaute interessiert zu. Das ging aber schnell, sagte er, als er Rat bemerkte. Sie müssen entschuldigen. Vivian kann manchmal etwas anstrengend sein, dann überlasse ich sie lieber anderen. Aber amüsant ist sie, nicht wahr? Wenn sie sich ausgetobt hat, sammle ich sie wieder ein. Dann ist sie genau richtig für mein Alter. Ich muss an mein Herz denken, sagt der Doktor. Rat setzte sich. Na, sie kennen sich aus. Man muss das Leben studieren, werter Freund. Und das geht am besten an solchen Orten. Und Sie? Sie sind zum ersten Mal in dieser Gegend. Zumindest um diese Tageszeit. Er zog das Foto aus der Jackentasche und legte es neben die Zuckerdose auf den Tisch. Eigentlich suche ich ja diesen Mann hier, ein Russe, Alexei Kardakov, der soll hier öfters verkehren. Verstehe? Der Generaldirektor hörte sich sehr verständnisvoll an. Ein hübscher Kerl. <lacht> er lachte. Na, wenn Vivian wüsste, wen sie da gerade verführen wollte. Der Graubärtige klopfte ihm auf die Schulter, sich vor Lachen schüttelnd. Nichts für ungut, junger Freund, nichts für ungut. Wieder einer, dem er das Bild zeigte und der glaubte, er sei schwul. Auch gut, besser als an solch einem Ort für einen Bullen gehalten zu werden. Der Kellner kam und brachte eine zweite Flasche Champagner, die gebrauchten Silberröhrchen und die Zuckerdose räumte er ab. Er warf einen auffallend unauffälligen Blick auf das Foto und verschwand wieder. Der Generaldirektor hatte sich inzwischen wieder gefangen. »Entschuldigen Sie«, sagte er und wischte sich die Lachtränen aus den Augen, »aber das ist einfach zu komisch. Ich glaube, das ist Vivien noch nie passiert. Sie hat schon mit Frauen angebändelt, aber mit einem homosexuellen Mann...« Er holte ein Monokel aus der Weste und betrachtete das Foto eingehend. »Tut mir leid,« sagte er schließlich, »aber ich fürchte, ich kenne Ihren Freund nicht. Kommt er regelmäßig hierher?« Rat wollte antworten, aber am Gesicht des Graubärtigen sah er, daß jemand hinter ihm stehen mußte. Er drehte sich um und sah einen Mann in einem eleganten weißen Smoking. Über seinen blitzenden Augen schimmerte eine Halbglatze im roten Licht. Er lächelte und seine Augen warfen Falten. Wie ich sehe, amüsieren Sie sich, Herr Oppenberg, das freut mich. Der weiße Smoking machte eine Verbeugung. Seh bald. Ich bin der Geschäftsführer dieses Etablissements. <laughs> Angenehm. Leider muss ich Ihren Begleiter kurz entführen. Oh, ich hoffe, Sie werfen ihn nicht hinaus. <lacht> Oppenberg lachte und zündete sich eine Zigarre an. Wir führen gerade ein amüsantes Gespräch, das ich gern fortsetzen möchte. Gewiss, Herr Oppenberg, es wird nicht lange dauern. Der Geschäftsführer wandte sich Rat zu. Darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Jemand möchte sich mit ihnen unterhalten? Rat kam gar nicht auf die Idee zu widersprechen. Er steckte das Bild ein und folgte Sebald durch den Saal. Der Geschäftsführer öffnete eine Tür direkt neben der Tanzfläche. Dort zog Engel Vivien inzwischen mehr Blicke auf sich als die drei Akteure auf der Bühne. Sie hatte sich ihr Kleid nach unten geschoben und tanzte barbusig auf der Orchesterempore. Sie hatte einen schön gerundeten Busen, wie frische Äpfel. Die Augen der Herren strahlten, die der Damen weniger. Der Geschäftsführer lächelte und zuckte mit den Schultern, als wolle er sagen, so ist das eben im Venuskeller, so etwas erleben sie nur bei uns. Stattdessen sagte er, hier entlang bitte. Sie betraten einen modern eingerichteten Büroraum. Rat hatte erwartet, Marloff dort sitzen zu sehen, doch der Lederstuhl an dem riesigen Schreibtisch war leer. Sie durchquerten den Raum, an dessen Ende Sebald eine zweite Tür öffnete, eine Treppe führte nach oben. Auf dem Hof wartete der Gorilla von der Eingangstür mit Rats Hut und Mantel, er drückte ihm die Sachen in den Arm und begann ihn zu filzen. »Wo gehen wir denn hin?« fragte Rat. Der Gorilla zog Rats Mauser aus dem Jackett, dann die Brieftasche und reichte Sebald beides mit einem entschuldigenden Achselzucken. Du lässt nach, Benno, sagte der Geschäftsführer kalt und zog den Dienstausweis der preußischen Polizei aus der Brieftasche. Rat, Gerion, Kriminalkommissar, las er. Erst lässt du einen mit Knarre passieren und dann ist es auch noch ein Bulle. Benno versuchte zerknirscht zu wirken, wenn das einem von seiner Statur überhaupt möglich war. Rat fand, dass es ihm nicht sonderlich gut gelang. Na ja, Sebalds Laune schien sich schnell wieder zu bessern, das alte Lächeln hatte zurück in sein Gesicht gefunden. Dass ein dem illegalen Vergnügen nicht abgeneigter Filmproduzent und eine kokainsüchtige Schauspielerin ausgerechnet mit einem Bullen im Schlepptau zu uns kommen, damit muss man ja nicht rechnen. Und wenn dieser Bulle selbst kokst, ist es ja eigentlich auch gar nicht so schlimm. Dann ist er ein Gast wie jeder andere. Er steckte die Brieftasche und die Mauser ein. Ich darf annehmen, dass Ihr Besuch privater Natur ist. Rein privat. Die beiden Männer führten ihn zurück auf die Posener Straße, und auch der Rest des Weges kam ihm bekannt vor. Es ging zurück zum Ostbahnhof, doch diesmal nicht zum Plaza, dessen Neonschrift immer noch den Küstriner Platz in grelles Licht tauchte, sondern zum hinteren Teil des früheren Bahnhofs, wo es so finster war wie auf der Rückseite des Mondes. Benno klopfte an eine Eisentür. Wir sind's, Liang. Ein schlanker Mann öffnete, sein Anzug war ebenso elegant geschnitten wie der von Benno, stand ihm aber weitaus besser. Sein schwarz glänzendes Haar war zu einem langen Zopf gebunden. Undurchdringliche Schlitzaugen schauten sie an. Rat hatte immer gehört, China sei das Land des Lächelns, doch dieser Chinese lächelte nicht. Sebald reichte ihm Ratsdienstausweis und die Mauser wortlos nahm der chinese alles entgegen und ließ sie ein er führte sie durch eine große dunkle lagerhalle dahinter öffnete er eine tür die in einen raum führte der überhaupt nicht an diesen ort zu passen schien sondern wirkte als sei er aus einem englischen landhaus gestohlen und hierher verpflanzt worden er war fast genauso groß wie die lagerhalle jedoch komplett eingerichtet eine mischung aus salon bibliothek und arbeitszimmer Sogar ein Kaminfeuer flackerte an der gegenüberliegenden Wand. Hinter einem Schreibtisch, der noch größer war als der von Sebald, saß ein eleganter, aber kräftig gebauter Mann in einem schwarzen Anzug. Er telefonierte und machte Notizen. Erst als sie sich dem Schreibtisch näherten, blickte er auf und bedeutete ihnen mit einer Handbewegung, Platz zu nehmen. Der Chinese nahm ihnen Hut und Mantel ab, Rat versank in einem schweren Ledersessel. Nur der Chinese setzte sich nicht. Nachdem er die Mäntel weggebracht hatte, legte er Ratspapiere und die Mauser auf den Schreibtisch. Dann nahm er dahinter Aufstellung, die Hände ineinander verschränkt. Der Mann am Schreibtisch legte auf und blätterte kurz in dem Dienstausweis. »Guten Abend, Herr Rat,« sagte er. »Hat Ihnen der Venuskeller gefallen?« Wir haben nicht so oft Polizeibeamte zu Gast. Rath nickte. Johann Marloff nehme ich an, sagte er und zog seine Oberstolz aus der Jacke. Darf ich? Er wunderte sich, ihm war klar, dass er hier in einer Verbrecherhöhle saß und dass die Verbrecher wussten, dass er Bulle war. Dennoch verspürte er keinerlei Angst, das Koks wirkte noch. Marloff zuckte nur kurz mit der Augenbraue und der Chinese stellte einen schweren Messing-Aschenbecher an Raths Sessel, dann nahm er wieder hinter dem Schreibtisch Aufstellung. »Sie kennen sich gut aus«, sagte Marlow. »Es gibt nicht so viele Polizisten in dieser Stadt, die mich erkennen würden. Und die wenigen, die es tun, die werden gut bezahlt.« Er selbst nahm eine Zigarre aus einem Metallbehälter und kniff die Spitze ab. Der Chinese hielt ihm ein Feuerzeug hin. Marlow paffte genüsslich. Hm. »Ich glaube allerdings nicht, dass wir Sie bezahlen.« Rat zündete eine Zigarette an. Nein, sagte er beiläufig. Aber vielleicht können wir ja noch ins Geschäft kommen. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen helfe? Ich bin Polizeibeamter und Sie handeln mit Kokain. Hm, Herr Kommissar, ich sorge nur dafür, dass die Leute das bekommen, was sie wollen. Und in diesen Zeiten ist das nun einmal Kokain, unter anderem. Marlow lehnte sich in seinem Ledersessel zurück wie ein pommerscher Gutsherr. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das einzige Gesetz, an das sich ein Geschäftsmann immer halten sollte. Er lächelte höflich. Nicht zuletzt hat mein Angebot auch eine Nachfrage ihrerseits zufriedengestellt, wie mir Sebald berichtet hat. Vielleicht kann ich Ihnen auch auf andere Weise helfen. Im Geschäftsleben ist Geben vom Nehmen nicht zu trennen. Rat verfluchte seinen Leichtsinn, warum nur hatte er von Oppenbergs Kokain genommen? Marlow wollte ihn unter Druck setzen, die Droge machte ihn erpressbar und sie machte ihn mutig, beides konnte er hier nicht gebrauchen. Mutig war nur ein anderes Wort für unvorsichtig, er musste sich zusammenreißen und höllisch aufpassen. Ich bin eigentlich nicht zum Geschäfte machen hier, sagte er. Lassen Sie uns einfach ein wenig plaudern dann können Sie das immer noch entscheiden. Marloffs Stimme, gerade noch samtweich, wurde eine winzige Spur schärfer, als er sich dem Geschäftsführer zuwandte. »Sebald, ich denke, Sie sollten Ihren Club nicht so lange allein lassen. Und Benno ist an der Pforte auch besser aufgehoben als in einem weichen Sessel.« Der Geschäftsführer und der Gorilla erhoben sich, der Chinese führte die beiden wieder hinaus. »So.« ich denke, nun plaudert es sich leichter", sagte Marlow, als sie allein waren. Er zog bedächtig an seiner Zigarre, bevor er weitersprach. Hm. Sebald erzählte mir, Sie sind im Besitz eines interessanten Fotos. Mich würde interessieren, woher Sie es haben. Sie sprachen vorhin von Geben und Nehmen. Eigentlich bin ich hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Marlow lachte. Der Chinese war lautlos zurückgekommen und stellte erst seinem Chef und dann dem Kommissar ein Glas hin. Er schenkte ihnen Whisky ein. Das Zeug roch gut. Aufgeben und nehmen, sagte Marlow und prostete ihm zu. Sagen Sie mir, woher Sie das Foto haben und stellen Sie mir Ihre erste Frage. Rat trank einen Schluck. Das Zeug schmeckte auch gut. Was wollte dieser Mann von ihm? Aus einem Keller", sagte er nur. So, so. Marlow zog an seiner Zigarre und schaute den Rauchkringeln hinterher. Ich will mit offenen Karten spielen, Herr Kommissar. Meine Leute waren auch in diesem Keller. Ich bin im Besitz eines ähnlichen Fotos. Ihre Leute suchen Kardakov. Warum? Hat er Kokain unterschlagen? Sagen Sie mir, warum die Polizei ihn sucht. Lassen Sie mich auch mit offenen Karten spielen. Die Polizei sucht ihn nicht, ich suche ihn. Warum? Es war eine plötzliche Eingebung. Das Sorokin-Gold, sagte er. Marlow ließ sich äußerlich nicht aus der Ruhe bringen, doch Rat spürte, dass er ins Schwarze getroffen hatte. Es dauerte etwas zu lange, bis der Mann seinen nächsten Satz formuliert hatte. Ein Fingerzeig und der Chinese füllte Rats Whiskyglas nach. Meinen Sie nicht, dass Sie sich da etwas verheben? Ist das nicht ein paar Tonnen zu schwer für einen Einzelkämpfer? Wer sagt, dass ich Einzelkämpfer bin? Den Polizeiapparat haben Sie jedenfalls nicht hinter sich. Marlow lachte. Vielleicht träumen Sie ja von einem vorgezogenen Ruhestand. Sie wären nicht der erste Bulle, der die Seiten gewechselt hat. Sind noch ein paar korrupte Kollegen mehr im Spiel? Der, der den Kurier aus dem Kanal gezogen hat? War er vielleicht noch gar nicht tot? Habt ihr noch was aus ihm rausgequetscht? Und wollt jetzt an das große Geld? Aber Vorsicht, das ist auch für einen ganzen Haufen Bullen noch eine Nummer zu groß. Der Kurier. Rat war hellhörig geworden und versuchte möglichst gelangweilt zu wirken. Marlow sprach offenbar von Boris. Wissen Sie, warum Kardakov untergetaucht ist? Was meinen Sie, Herr Kommissar? Wahrscheinlich, weil er sein eigenes Spiel spielt. Und der Kurier? Warum musste der sterben? Herr Kommissar, stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie sind. Was wissen Sie von dem Gold? dass es in Berlin ist. Marlow lächelte gequält. <laughs> Sie sollten auch nicht den Fehler machen und mich für dumm verkaufen wollen. Lassen Sie uns Tacheles reden. Sie wollen das Gold und ich will das Gold. Wir wissen beide etwas. Wenn wir unsere Informationen und unsere Fähigkeiten zusammentun, haben wir vielleicht eine Chance, es zu bekommen. Also, was wissen Sie noch? Rat zuckte mit den Schultern dass es rund 80 Millionen wert sein soll. Marlow lachte laut, doch es klang alles andere als belustigt. <laughs> Sie müssen mir schon ein wenig mehr erzählen, als ich selbst schon weiß. Würde ich ja gerne, aber offensichtlich wissen Sie so viel, dass ich das nicht kann. Marlow drückte seine Zigarre aus. Es sah aus, als würde er ein Ungeziefer zerquetschen. Vielleicht sollte ich Ihnen noch etwas Zeit geben, darüber nachzudenken. Quen Yao wird Sie hinausführen. Wie kann ich Sie erreichen? Wenn Sie mich sprechen wollen, kommen Sie in den Venuskeller. Aber nur aus diesem Grund. Wenn Sie sich vergnügen wollen, gehen Sie woanders hin. Sebald mag keine koksenden Bullen in seinem Club. Der Chinese stand schon hinter ihm und hielt Mantel und Hut. Rat stand auf. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar, sagte Marlow. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Queniao Ihnen ihre Waffe aus Sicherheitsgründen erst auf der Straße wieder überreichen wird. Rat nickte. Danke für den Whisky, sagte er. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben, Herr Kommissar, sagte Marlow in einem freundlichen Tonfall, der Rat dennoch einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Aber bei unserem nächsten Zusammentreffen wünsche ich mir etwas mehr Kooperation. Es klang wie eine Drohung, und das sollte es wohl auch sein. Manchmal bedauerte er es doch, kein Auto zu haben. Die Leuchtreklamen am Plaza waren inzwischen erloschen, und der Taxistand am Küstriner Platz sah so verwaist aus wie ein Tresorraum nach dem Besuch der Brüder Saß. Bahnen fuhren um diese Zeit auch keine mehr. Gut, dass er morgen nicht ins Büro musste. Erst am Abend war er wieder im Dienst, wenn die Aktion Nachtfalke über die Bühne gehen sollte. Den Venuskeller würde er nicht mehr auf die Liste setzen, niemand brauchte zu wissen, wo er heute Abend gewesen war. Marlow war mit einer Razzia ohnehin nicht beizukommen, nur seinen Strohmann Seebald würden sie kriegen, und noch schlimmer, Marlow würde wissen, wem er diesen blau uniformierten Betriebsausflug zu verdanken hätte. Am Schlesischen Bahnhof gab es den nächsten Taxistand. Rat blieb nichts anderes übrig. Er machte sich auf den Weg, klappte den Mantelkragen hoch und vergrub die Hände tief in den Taschen. Ein penetranter Wind pfiff über den Platz. Es schien noch ein Gewitter zu geben. Er versuchte, die Puzzleteile zusammenzubekommen. Lana Nikoros, alias Svetlana, Gräfin Sorokina, erzählt ihrem Geliebten Alexei Kardakov vom Gold ihrer Familie. Sie beschließen, es nach Berlin zu schmuggeln, wie auch immer das bei einer solch unglaublichen Menge funktionieren soll. Sie schalten zu diesem Zweck einen Boten ein, einen Russen namens Boris. Warum Bote? Bringt er das Gold nach Berlin oder nur eine Nachricht? Wie dem auch sei, der Bote stirbt, nachdem er in der fremden Stadt nach Alexei Kardakow gesucht hat. Er scheint wütend auf Kardakov zu sein. Warum? Hat er ihn übers Ohr gehauen? sein eigenes Spiel gespielt, wie Marlow sich ausdrückte? Kardakow und die Gräfin jedenfalls tauchen unter, kaum hat's ihren Landsmann erwischt, vielleicht haben sie Boris um seinen verdienten Lohn gebracht, einen Mitwisser beseitigt und sich dann mit dem Gold aus dem Staub gemacht? Blödsinn, dachte er, um solch eine Menge Gold von der Sowjetunion nach Deutschland zu schaffen braucht man mehr als nur einen Helfer. In Russland und in Deutschland Warum wusste Marlow von dem Gold? Zufall? Hatte Kardakov sich verplappert oder hatte er den Unterweltkönig bewusst eingespannt? Irgendwie musste man so viel Gold ja auch in Bargeld umwandeln, so etwas ging nur mit Beziehungen. Beziehungen, die Marlow hatte. Und in Russland? Die Sorokins hatten dort noch Freunde. Wovon hatte der Reichswehroffizier bei Bruno gesprochen? Von kommunistischen Sektierern, die sich die Rote Festung nannten. War Kardakov einer von denen? Wieso nicht? Ein Schreiberling Ein Geräusch riss ihn aus seinen Gedanken, er blieb stehen und lauschte. Nichts zu hören. Er schaute sich um, die Straßenlampen warfen ein solch kümmerliches Licht, daß die Hauswände fast im Dunkeln lagen, kein Mensch war zu sehen. Es hatte geregnet. Das nasse Pflaster reflektierte das dünne Licht. Als er weiterging, meinte er wieder etwas zu hören. Es klang wie ein Echo seiner Schritte. Ohne noch einmal stehen zu bleiben, war er nun sicher, dass er verfolgt wurde. Da ging jemand hinter ihm, der nicht wollte, dass er ihn bemerkte. Diese Gegend war nicht sicher, schon gar nicht um diese Zeit. Er befühlte seine linke Seite. Die Mauser steckte wieder im Holster. Der Chinese hatte sie ihm zurückgegeben, wie Marlow befohlen hatte zusammen mit seinem Dienstausweis und den Fotos. An der nächsten Querstraße bog er plötzlich rechts ab, obwohl der Bahnhof schon in Sichtweite war. Er wollte Gewissheit. Das Echo blieb, Rad verschärfte sein Tempo, dann stoppte er abrupt und drehte sich um. Immer noch war niemand zu sehen, allerdings lagen die Hausfassaden derart im Dunkeln, dass man immer vor Blicken geschützt war, wenn man nur nah genug an den Mauern entlang ging. Rat wartete bis zur nächsten Straße und schlug noch einen Haken, er lief bis zur nächsten Hofeinfahrt und sprang hinein. Sein Verfolger war auch in einen vorsichtigen Laufschritt gefallen und blieb den Bruchteil einer Sekunde zu spät stehen, wieder hatte Rat das künstliche Echo seiner Schritte gehört. Er lauschte in die Nacht, er hörte Regentropfen, die von Dachrinnen oder Fenstervorsprüngen auf den Asphalt tropften, und zwischendurch meinte er auch das Geräusch von Schuhsohlen auf Kopfsteinpflaster zu hören. Ganz leise nur, aber es war da. Sein Verfolger hatte noch nicht aufgegeben. Rad zog sich weiter in das Innere des Hofes zurück, die Toreinfahrt immer fest im Blick. Er musste sich selbst verstecken, musste seinen Verfolger überraschen. Er schaute sich um. Es war kein normaler Hinterhof, auf den er hier geraten war. Im schummrigen Licht der Hofbeleuchtung erkannte er einen Bauzaun, dahinter wurde offensichtlich ein Neubau hochgezogen. Und davor stand ein Bauwagen. Noch ein Blick auf die Toreinfahrt, in der immer noch keine Silhouette erschienen war, dann drehte er sich um und war mit wenigen Schritten im Schatten des Bauwagens. Das Tor hatte er von hier aus gut im Blick. Es hatte wieder zu regnen begonnen. Rat musste nicht lange warten, da sah er ihn. Der Schatten eines Mannes in Hut und Mantel. Keine Schlägermütze, ein ganz normaler, breitkrempiger Hut, neueste Mode. Einer von Marloffs Leuten? ob Dr. M. ihm Benno oder einen ähnlich freundlichen Zeitgenossen hinterhergeschickt hatte? Der Mann war stehen geblieben, offensichtlich überlegte er, ob er durch die Hofeinfahrt gehen sollte, und dann kam er, immer noch langsam und vorsichtig, nah an der Hauswand entlang, sich immer wieder suchend umschauend. Rat knöpfte Mantel und Jackett ein wenig auf und löste den Druckknopf an seinem Schulterholster, er wartete, bis der Mann den Hof erreicht hatte und entsicherte seine Mauser. Mit gezogener Waffe trat er aus dem Schatten des Bauwagens. Suchen Sie mich? Der Unbekannte blieb stehen, die Überraschung war geglückt, er drehte den Kopf, schien zu überlegen, ob er noch fliehen konnte, und dann kam er näher, schweigend. Halt, bleiben Sie stehen! Rat richtete die Pistole auf den Fremden. Der Mann war nur noch wenige Schritte von ihm entfernt, nicht besonders groß. Benno war das jedenfalls nicht. »Nun erzählen Sie mir doch erst mal in aller Ruhe, warum Sie mich verfolgen.« Der Mann sagte nichts, stattdessen machte er einen weiteren Schritt nach vorn. »Stehen bleiben, habe ich gesagt.« Rats Stimme war lauter geworden, der Mann schwieg immer noch, aber wenigstens blieb er jetzt stehen. Wir können uns auch auf dem Präsidium unterhalten, wenn es Ihnen hier zu ungemütlich ist, sagte Rat. Dann brauchen Sie sich auch keine Sorgen mehr zu machen, wo Sie die Nacht verbringen. Er konnte die Augen im Hutschatten immer noch nicht erkennen, aber der schmale Mund hatte gezuckt beim Wort Präsidium. Es war nur eine Drohung. Rat hatte nicht ernsthaft vor, den Mann mit zum Alex zu nehmen. Und dann dachte er für einen Moment, er wäre derjenige, den man in eine Falle gelockt hatte. Hinter sich hörte er ein sattes Klirren, eine kleine, nasse Explosion. Instinktiv drehte er den Kopf, kein Mensch zu sehen, nur eine weiße, zischende Pfütze auf dem Pflaster und rotbraun leuchtende Scherben, oben wurde ein Fenster zugeknallt. Im selben Augenblick wurde er angegriffen, er wusste es noch, bevor er den Angreifer spürte, doch es war zu spät. Ein harter Griff umklammerte seinen rechten Unterarm und riss ihn zur Seite, drehte die Mündung der Pistole schmerzhaft nach unten. Rad verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Das geschah so langsam, als sei die Zeit zu einem zäh fließenden Brei gefroren. Er schien Minuten zu brauchen, bevor er auf den nassen Steinen aufschlug. Noch im Fallen löste sich der Schuss. Ein Reflex, er hatte einfach abgedrückt, ohne zu zielen, ohne überhaupt zu wissen, was gerade geschehen war es war ohrenbetäubend laut mit dem knall hörte er ein lautes metallenes geräusch fast wie ein gong und dann das zing eines querschlägers rat fiel endlos und spürte wie sich der griff des anderen löste auch sein verfolger stürzte zu boden keinen meter neben ihm schlug er auf dem pflaster auf rat rappelte sich schnell auf bereit für den nächsten angriff die mauser hatte er immer noch in der hand jetzt konnte er wieder zielen den angriffslustigen terrier in schach halten doch der mann blieb liegen der hut war ihm vom kopf gerollt und gab ein gesicht frei das rat immer noch nichts sagte ziemlich dünne lippen eine schiefe nase die auf viele prügeleien hindeutete ein weit aufgerissenes auge nur eines Dort, wo das andere Auge gewesen sein musste, klaffte ein dunkles Loch, in dem es feucht glänzte. In dem mageren Licht sah das Blut, das in einem dünnen Rinnsal über das bleiche Gesicht lief, fast schwarz aus. Rat stand da und hielt sich das rechte Ohr, das schmerzte und summte. Erst jetzt begriff er, was passiert war oder versuchte zu begreifen. War es die Mischung aus Alkohol, Kokain und Adrenalin, die ihm die ganze Szene irgendwie unwirklich erscheinen ließ? Doch sie war wirklich, erschreckend wirklich, er konnte die Leiche mit dem Fuß anstoßen. Dann sah er neben seinem Fuß Metall glänzen und hätte beinahe gelacht, ein Gullideckel, ein profaner, gewöhnlicher Gullideckel, durch den das Regenwasser von dem gepflasterten Hof abfloß, war seinem Angreifer zum Verhängnis geworden, wie im Billard. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Als habe jemand eine Scheibe eingetreten und die Wirklichkeit dahinter offenbare sich erst jetzt, wurde ihm bewusst, dass er hier neben einer Leiche stand, neben einem Menschen, den eine Kugel aus seiner Mauser getötet hatte. Wer würde ihm diese Geschichte glauben? Da lag eine Leiche und Herr Kriminalkommissar Gerion Rath, vollgepumpt mit Kokain und Alkohol, behauptet, es sei alles ein Versehen? Ihm wurde klar, dass er das niemandem würde verkaufen können. Er hörte den Staatsanwalt seine Fragen stellen. Wie war das noch gleich? Warum haben Sie Kokain genommen, Herr Kommissar? Ach, um an Herrn Marloff heranzukommen, sehr interessant, was wollten Sie denn von dem? Was hatten Sie überhaupt zu dieser nachtschlafenden Zeit in einem berüchtigten Verbrecherviertel zu suchen? Diesmal würde er nicht einmal vor Gericht mit heiler Haut davonkommen, ganz zu schweigen von der Presse. Ein Bulle, der im Kokainrausch einen Menschen erschießt, auf so eine Schlagzeile wartete die Kochstraße doch schon seit der Abdankung des Kaisers. Er schaute sich um, alle Fenster waren dunkel geblieben, aber mindestens ein Mensch musste ihren Kampf beobachtet haben. Rat untersuchte die braunen Scherben, vom Weiß der Pfütze war nichts geblieben, nur ein paar Bläschen, die auf einer Flüssigkeit trieben. Ein bekannter Geruch stieg ihm in die Nase, Neben den nassen Scherben lag ein Metallbügel mit einem Porzellanstopfen, eine Bierflasche. Irgendeinem schlaflosen Spanner da oben war sein Bier vor Schreck vom Fensterbrett gefallen. Ein Zeuge. Und wenn schon keine Panik, ein Schuss war hier nichts Ungewöhnliches, niemand würde sich den Fragen der verhaßten Bullen aussetzen, nur weil er Zeuge einer Schießerei geworden war. Das alles redete er sich ein wie ein Kind, das nicht an Gespenster glauben will und sich trotzdem im Dunkeln fürchtet. Beim Gedanken, aus einem dieser schwarzen Fensterlöcher beobachtet zu werden, zog Rat unwillkürlich seinen Hut tiefer in die Stirn. Und dann wurden seine Gedanken ganz klar. Er wußte genau, was er zu tun hatte. Ganz ruhig steckte er seine Waffe wieder ein und durchsuchte die Taschen des Toten. Er zuckte zurück, als ihn etwas in den Finger stach. Eine Anstecknadel, die der Mann im Mantel trug, das war alles. Keine Waffe, nicht einmal eine Brieftasche, nur ein kleiner stilisierter Stahlhelm. Rat warf das Ding in den Gully, dann knöpfte er dem Toten den Mantel bis oben hinzu, setzte ihm den Hut wieder auf und begann am Mantelkragen zu ziehen. Der Regen wurde stärker, als er den überraschend schweren Körper zum Bauzaun schleifte und dort nach einer Lücke suchte. Es gab immer eine Lücke. Das wusste er seit Kindertagen, wo sie sich einen Sport daraus gemacht hatten, in jede Baustelle in Klettenberg einzudringen und dort zu spielen. Auch hier hatte er das lose Brett schnell gefunden. Er half noch etwas nach bei einem Nachbarbrett, bis die Lücke groß genug war, um die Leiche hindurchzuziehen. Er schaute sich um, weit waren sie mit der Baustelle noch nicht gekommen, gerade erst die Fundamente und die Bodenplatte. Rat stieg in die Baugrube hinunter und testete den Beton mit einem Kantholz, noch nicht abgebunden, sie mussten ihn heute erst gegossen haben. Er zerrte den Toten zur Baugrube hinunter und besorgte sich eine Schaufel aus dem Bauwagen, das Schloss wischte er mit seinem Taschentuch ab, nachdem er es aufgebrochen hatte. Sein trockener Mund machte ihn wahnsinnig. Fast hätte er eine Flasche Bier aus dem Kasten genommen, der dort neben einem rostigen Fahrrad an der Wand stand, doch er beherrschte sich. Lieber streckte er die Zunge in den Regen, der nun laut prasselte. Wie im Rausch grub er ein Loch in den frischen Beton, legte den Mann hinein und schaufelte den Beton wieder darauf. Ein bisschen was blieb übrig, das verteilte er. Dann brachte er die Schaufel wieder zurück in den Bauwagen und wischte auch den Griff mit dem Taschentuch ab. Alles, was er angefasst hatte, wischte er ab, selbst die lockeren Bretter im Bauzaun, nachdem er sie wieder gerade gerückt hatte. So, das war's. Das Blut auf dem Hof würde der Regen bis morgen früh hoffentlich beseitigt haben. Er beobachtete, wie sich das Wasser mit der dunklen Flüssigkeit vermischte und sie in den Gully spülte. Rat schaute an sich hinab, sein dunkler Mantel glänzte vor Regenwasser, Matsch und Beton. Er versuchte, den Dreck abzureiben, doch das war zwecklos, er verteilte ihn nur noch mehr. So wie er aussah, konnte er keinem Taxifahrer unter die Augen treten. Er ging noch einmal zum Bauwagen. Der war nun sowieso aufgebrochen. Rad holte das Fahrrad heraus und begutachtete es. Im Hinterrad war zu wenig Luft, doch für seine Zwecke würde es reichen. Sein Blick wanderte noch einmal über die dunklen Fensterlöcher, die zum Hof hinausführten. Er war nicht sicher, ob ihm wirklich niemand zugesehen hatte. Doch er war sicher, dass niemand bei dieser Dunkelheit sein Gesicht unter dem Hutschatten erkannt hatte, selbst wenn hier jemand wohnen sollte, der gern mit der Polizei sprach. Er schob das Rad durch die Toreinfahrt, immer noch kein Mensch auf der Straße. Er nahm Schwung und sprang auf, das Rad holperte über das Kopfsteinpflaster. Wenn er jetzt nicht von einem Kollegen angehalten würde, weil er ohne Licht fuhr, dann müsste er in einer guten halben Stunde zu Hause sein. Zweiter Teil. Inspektion A. 11. bis 21. Mai 1929. Der Regen trommelte immer noch auf das Autodach. Das Trommeln schwoll zu einem Rauschen an, als sich der Wagenschlag öffnete und ein massiger Körper auf die schwarzlederne Rückbank sank. Mit mehr Schwung, als sein Gewicht hergab, Liang musste nachgeholfen haben. Die Tür fiel mit einem satten Schnappen ins Schloss und würde sich erst wieder öffnen, wenn Johann Marlow das wollte. Durch das sich ständig ändernde Muster der Regentropfen auf der Scheibe sah Marlow den dunklen Mantel Yang Quen Yaos, der draußen im Regen stehen geblieben war und jeden Gedanken an Flucht einen frühen Tod sterben ließ. Marlow blickte seinen Gast wortlos an. Der Mann hatte einen Trenchcoat übergeworfen, auf dem der Regen dunkle Spuren hinterlassen hatte, aber darunter trug er nur einen Pyjama. Sein graues Gesicht hätte eine Rasur vertragen können. Die Augen kündeten von zu wenig Schlaf. Der Geruch von Alkohol, Schweiß und Regen breitete sich im Wagen aus. Trotz ihrer Müdigkeit tanzten die Augen ängstlich hin und her. Die Stimme versuchte die Angst zu überspielen und klang ein wenig zu forsch. »Was soll das? Warum holt ihr Chinese mich mitten in der Nacht aus dem Bett? Ich muss morgen um sechs am Alex sein. Ich brauche meinen Schlaf.« Marlow hatte sich einer daumendicken Zigarre zugewandt, der er in aller Ruhe die Spitze abschnitt. Er ließ das schnappende Geräusch des Zigarrenschneiders wirken, bevor er antwortete. Sein Gast hatte schon einmal gesehen, wozu solch ein Gerät sonst noch gut sein konnte. Ich hatte heute Besuch von einem deiner Kollegen, und ich frage mich, warum ich davon nichts wusste, sagte er, ohne sich von seiner Beschäftigung mit der Zigarre abzuwenden. Wie? Keine Ahnung. Kann nichts Offizielles sein, die Razzia ist doch erst für morgen. Er korrigierte sich nach einem Blick auf die Uhr. Für heute Abend geplant. Keine Razzia. Ein einzelner Bulle. Rat, Gerion Rat. Sagt dir der Name etwas? Der Mann schien nachzudenken. Jedenfalls zog er den Mund schief. Doch es folgte nur ein Achselzucken. Im Drogendezernat arbeitet er jedenfalls nicht. Ich bezahle dich nicht nur dafür, dass du mir die Drogenfahnder vom Hals hältst. Ich hoffe du kriegst noch ein bisschen mehr mit am Alex. Wer hat Ihnen denn gesteckt, dass die Sitter eine Razzia plant? Ich kann doch nicht jeden Kollegen im Präsidium kennen, wahrscheinlich ein neuer. So viele Kollegen, die aus dem Rheinland zugewandert sind, kann es am Alex doch nicht geben. Sperr mal deine Ohren auf. Rheinländer? Der Mann stutzte. Vielleicht habe ich doch schon was von dem Kerl gehört. Wie heißt er noch gleich? Rat. Erion Rath. erneutes achselzucken bin mir nicht ganz sicher könnte bei der sitte sein die haben einen neuen kollegen aufs auge gedrückt bekommen aus düsseldorf oder köln was weiß ich soll ein duz freund des polizeipräsidenten sein marlow nickte nachdenklich du hast jetzt einen namen schau mal was du damit anfangen kannst morgen will ich mehr hören eine kleine handbewegung reichte und quen yao öffnete die tür es hatte aufgehört zu regnen der mann blieb sitzen und schaute sich unsicher um dann hol dir mal deinen verdienten schlaf sagte marlow fast freundschaftlich wir sprechen uns morgen abend kaum war der mann draußen schlug liang die tür wieder zu zurück ins haus aus dem er ihn vorhin geholt hatte begleitete er ihn nicht er ging gleich zur Fahrertür, warf den Regenschirm in den Bodenraum vor dem Beifahrersitz und setzte sich wieder hinter das Steuer. Auf seinem Mantel glänzte kaum ein Regentropfen, als sei er nie draußen gewesen. »Zu Peters?« fragte er nur. Marlow schüttelte den Kopf. »Lass gut sein, Quenyao. Wir fahren nach Hause.« der Chinese startete den Motor und der nagelneue, pechschwarz glänzende Standard 8 rollte zurück auf den Fahrdamm. Die Straßen füllten sich langsam mit Radfahrern, die ersten Arbeiter radelten in die Fabriken. Liang steuerte die große Adlerlimousine ruhig und sicher durch die erwachende Stadt, die nächtlichen Gewitterwolken hatten sich ebenso schnell verzogen, wie sie gekommen waren. Nur am östlichen Horizont zogen sie den Morgenhimmel noch in rote Streifen. Es versprach, ein schöner Tag zu werden. Im Rückspiegel sah Marlow die dunklen Augen des Chinesen. Sie waren unergründlich. Bruno Wolter war ein Mann, der morgens gut aus dem Bett kam, auch um sechs Uhr morgens. Doch heute schaute er nachdenklich aus dem Fenster, und das nicht nur, weil er wusste, dass es ein langer Tag werden würde. Ein schöner Morgen. In der Nacht musste es geregnet haben, einige Pfützen glänzten noch auf dem Asphalt. In der Fregestraße zwitscherten die Vögel in den Bäumen und taten alles, um einen sonnigen Frühlingstag einzuleiten, doch er hörte nicht hin. Wie im Schlaf schabte er sich den Rasierschaum aus dem Gesicht und dachte nach. Die Anrufe von gestern Abend hatten ihn bis in seine Träume verfolgt und schwirrten ihm auch jetzt noch durch den Kopf. Er glaubte nicht, daß er sich wirklich Sorgen machen mußte, sie hatten alles sorgfältig geplant, doch man konnte nie wissen. Eines jedenfalls schien jetzt klar zu sein, den neuen Kommissar würde er bald wieder loswerden. Dabei hatte er sich fast an den Langen gewöhnt, war nur ein bisschen zu ehrgeizig für jemanden, der keine Ahnung hatte, was in dieser Stadt vorging. Aber er würde seinen Willen wohl kriegen und in die Mordinspektion wechseln. Na viel Spaß, Kollege. Das halb rasierte Gesicht im Spiegel zeigte ihm ein Grinsen. Bruno! hörte er Emmy unten rufen, Bruno, der Kaffee ist fertig. Nach dem Frühstück fühlte er sich schon besser. Emmy trug seine braune Aktentasche bis zur Haustür und reichte sie ihm, als er aus dem Haus trat. Er gab seiner Frau einen kurzen, trockenen Kuss und ging zu dem Schwarzen fort, der direkt vor dem Haus parkte. Als er losfuhr, winkte sie ihm noch nach. Er sah, wie sie im Rückspiegel immer kleiner wurde. Emmy war eine Frau, wie er sie sich immer gewünscht hatte. Sie bewunderte ihn, sie war fürsorglich und sie stellte keine Fragen. Alles, was er machte, würde schon richtig sein. Da vertraute sie ihm voll und ganz. Bislang hatte er sie nicht enttäuscht und sie waren schon über 14 Jahre verheiratet. Damals, als der Krieg ausbrach und er zu den Waffen gerufen wurde, hatte er um ihre Hand angehalten. Emilie von Bülow war begehrt und er hatte das Rennen gemacht. Seinen ersten Fronturlaub hatten sie genutzt, um zu heiraten. Im Felde war es gut, jemanden zu haben, dem man schreiben konnte. Und das hatte er getan, regelmäßig und ausführlich. Und auch sie hatte ihm mindestens einmal wöchentlich einen Brief geschrieben. Während sich der Krieg fest fraß und die Soldaten nicht mehr aus den Gräben ließ, ging es bei ihr in Berlin voran. Schritt für Schritt richtete sie das gemeinsame Haus ein, das ihre Eltern ihnen gekauft hatten, während er das Vaterland für einen armseligen Sold verteidigte, mit dem sie sich so etwas nie hätten leisten können. Aber sie kämpften auch nicht wegen des Soldes. Keiner seiner Kameraden tat das. Sie kämpften für Deutschlands Zukunft. Eine Einstellung, die sein Schwiegervater nur unterstützte. Je länger der Krieg dauerte, umso schmutziger wurde er. Vielen Kameraden ging es irgendwann nur noch darum, heil wieder nach Hause zu kommen. Ihm nicht. Er hoffte bis zum Schluss. Schließlich standen sie seit vier Jahren mitten im Feindesland. Aber Deutschlands Zukunft war im Eimer, als die Roten in Berlin schließlich den Kaiser fortjagten und die Kapitulation unterschrieben. Und das, obwohl er mit seiner Einheit drei Jahre lang keinen Millimeter zurückgewichen war. Mitten in Frankreich hatten sie sich festgesetzt, ohne jemals nachzugeben, mitten im Land des Feindes, und dann löste sich plötzlich alles auf. Das Land, für das sie gekämpft hatten, gab es nicht mehr. Es nannte sich immer noch Deutschland, doch es war nicht mehr ihr Land. Dennoch war er bei der Polizei geblieben, der er schon unter dem Kaiser gedient hatte, auch bei den Sozis musste schließlich jemand für Recht und Ordnung sorgen. Und er hatte die Hoffnung auf das Deutschland, für das er gekämpft hatte, nie aufgegeben, er wollte diesem Land weiter dienen. So hielt er den Kontakt zu den alten Kameraden aufrecht, zu denen, die den Krieg überlebt hatten. Er parkte den Fort direkt vor der Josti-Filiale an der Kaiserallee und suchte sich einen Sonnenplatz auf der Terrasse, kurz darauf brachte ihm der Kellner den bestellten Kaffee und Wolter blätterte in den Zeitungen. Alle berichteten sie über den Yang-Plan, blödsinniges Geschwätz, diese Verhandlungen in Genf. Ungeduldig raschelte er mit dem Papier, immer wieder schaute er von seiner Lektüre auf und warf einen Blick auf den Zugang zur Kaffeeterrasse und auf den breiten Gehweg der Kaiserallee. Seine Laune wurde zusehends schlechter, er hatte nicht ewig Zeit. Nach einer Dreiviertelstunde Warten und einer zweiten Tasse Kaffee war er es leid, sonst war auf den Mann doch Verlaß. Ausgerechnet heute ließ er ihre Verabredung platzen. Wolter hatte wahrlich genug um die Ohren, verärgert legte er das abgezählte Geld auf den Tisch. Während er von der sonnenbeschienenen Terrasse wieder auf die Kaiserallee trat, versuchte er sich zu beruhigen. Nicht nervös werden, dachte er, er war lange genug im Geschäft. Am besten wartete er in Ruhe den heutigen Abend ab, da würde er mehr erfahren, und bis dahin hatte er noch genug zu tun. Der Umriss eines Mannes löste sich aus dem Schatten des Zeitungskiosks auf der anderen Straßenseite. Als Wolter sich auf den Fahrersitz seines Wagens fallen ließ, winkte der Mann ein Taxi heran. Lange konnte Rat noch nicht geschlafen haben, als das Telefon ihn aus dunklen Träumen zurück in die Wirklichkeit klingelte. Er blinzelte aus verklebten Augen und tastete nach dem Hörer. Hallo? brummte er. Gerion? Die Stimme machte ihn mit einem Schlag hellwach. »Charlie!« Er setzte sich auf. »Guten...« äh, Er schaute auf den Wecker, halb elf. »Guten Morgen.« Morgen, Langschläfer.» Sie hörte sich fröhlich an. »Ich dachte, wenn wir uns heute schon nicht in der Burg sehen, sollten wir wenigstens kurz telefonieren.« »Ja,« sagte er nur. Seine Gedanken hatten sich in den wirren Träumen der viel zu kurzen Nacht verfangen und einige Fetzen hingen immer noch dort fest. Ihr Anruf hatte ihn aus einem tiefen Schlaf gerissen, in den er gerade erst gesunken war. Als er versuchte, seinen Kopf klar zu bekommen, wurde ihm schlagartig bewusst, dass der einäugige Mann aus seinen Träumen Realität war. Die Ereignisse der vergangenen Nacht holten ihn wieder ein wie ein ausgesetzter Hund sein Herrchen, ungeliebt, aber anhänglich. In seinem Kopf begann ein Filmprojektor zu surren, der die Bilder abspielte, die ihn bis in den Schlaf verfolgt hatten. Der Angriff des Unbekannten, der Schuss, das Blut in der leeren Augenhöhle, ein Toter, der im Beton verschwindet, lautlos Bilder ohne Ton, aber gestochen scharf. Du hörst dich an, als hätte ich dich geweckt. Ihre Stimme stoppte den stummen Film. Rat fühlte sich wie ertappt. Als sei der Projektor auch für Charlie gelaufen, als habe sie einen Blick in die entlegensten Winkel seiner Seele erhaschen können und seine dunkle Seite gesehen. Von Köln hatte er noch nichts erzählt, nicht einmal das. Wie sollte er ihr jetzt beibringen, was gestern Nacht passiert war? Er wischte mit der Hand durch die Luft, als könne er die Gedanken vertreiben wie eine lästige Fliege. Irgendwann einmal würde er ihr alles erzählen, auch den ganzen Mist. Aber nicht jetzt. Ich liege tatsächlich noch im Bett, sagte er. Du liebe Güte fühlte er sich beschissen. Warum nur hatte sie anrufen müssen? Allein, hoffe ich. Du weißt doch, dass ich Damen immer schon in aller Herrgottsfrühe aus dem Haus schmuggle. Na immerhin, sie lachte. Er hörte ein Geräusch, das wie Autohupen klang. Natürlich würde sie ihn niemals vom Büro aus anrufen, nicht mit so vielen hellhörigen Bullen in der Nähe. Wahrscheinlich ein öffentlicher Fernsprecher irgendwo am Alex. Ihre Stimme wurde leiser. Schade, dass du mich heute Morgen nicht rausschmuggeln musstest, flüsterte sie. Ihre Stimme. Er hatte mehr Sehnsucht nach Charlie, als er sich eingestehen wollte. Vor allem mehr, als er im Augenblick zulassen konnte. Er hatte andere Dinge im Kopf. War vielleicht ganz gut so, sagte er und klang dabei härter, als er wollte. Ich hatte viel Schlaf nachzuholen. Oh, »Gestern Morgen hast du nicht den Eindruck erweckt, du bräuchtest viel Schlaf.« Ihre Anspielungen machten ihn verrückt. Warum konnte sie das nicht lassen? »Tja, manchmal bin ich ein ganz schöner Angeber,« sagte er. »Heute wohl nicht. Du klingst eher wie jemand, der nicht gestört werden möchte.« Quatsch,» protestierte er obwohl er wusste, dass sie recht hatte. Ich bin nur noch etwas müde, ich habe im Moment einfach viel um die Ohren. Ich weiß, sagte sie, gestern die Besprechung, heute eure Razzia. Ich habe auch genug zu tun, trotzdem wäre ich jetzt gern bei dir. Ich auch bei dir, echote er eine Antwort, von der er wusste, dass sie nicht stimmte. So sehr er sich ihre Nähe wünschte, so wenig konnte er jetzt mit ihr zusammen sein. Natürlich hätte er sie gern in den Arm genommen, sie gerochen, ihren Körper gespürt, aber bitte in einem anderen Universum, in einer anderen Welt, in der die Ereignisse der gestrigen Nacht nie geschehen wären. Von irgendeiner Besprechung hatte er ihr gestern etwas vorgelogen, stattdessen hatte er sich mit einem Verbrecher getroffen und einen toten Menschen verscharrt. Die harmlose Notlüge hatte plötzlich eine Bedeutung bekommen, die er ihr nie zugedacht hatte. Wie sollte er Charlie jetzt unter die Augen treten? Du bei mir? Sie lachte. <lacht> das ist im Moment keine so gute Idee. Ich stehe in einer Telefonzelle. Das wäre ein bisschen eng. Und gleich muss ich zurück in die Burg. Aber vielleicht lässt Böhm mich heute früh genug raus und wir können uns noch sehen, bevor es bei euch losgeht. Wann fangt ihr an? Heute Nachmittag. Wir müssen noch einiges vorbereiten. Ich denke, dass ich gegen zwei rauskomme. Noch einen Kaffee in der letzten Instanz? Eigentlich keine schlechte Idee. Die letzte Instanz in der Klosterstraße lag in der Nähe des Präsidiums und wurde trotz ihres Namens kaum von Polizeibeamten frequentiert. Doch Rat wimmelte sie ab, er hoffte nicht so kalt zu klingen, wie er sich gerade fühlte. »Ich fürchte, das geht nicht,« sagte er. »Ich habe noch eine Menge zu erledigen. »Spuren verwischen zum Beispiel, betonverschmierte blutige Sachen verbrennen und einen neuen Anzug kaufen, am besten auch gleich ein neues Paar Schuhe.« und ein bisschen Schlaf brauche ich auch noch. Schlafen? Geschlafen wird erst am Monatsende. Er merkte, dass sein Lachen gezwungen klang. Sie hatte ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Was ist los mit dir? Stimmt das nicht? Was soll sein? Ich komme mir gerade ziemlich bescheuert vor. Hätte ich nicht anrufen sollen? Aber nein. Er wußte, dass er nicht so klang, wie er sollte. Ich bin nur noch etwas müde, das ist alles. Na, die nächsten Tage hast du ja Gelegenheit genug, dich auszuschlafen. Ich werde dich jedenfalls nicht stören, wenn du nicht willst. Meine Nummer hast du ja, dienstlich und privat. Seine rechte Hand mit dem Telefonhörer fiel herunter wie der Sandsack, mit dem ein Galgen vor der Hinrichtung getestet wird. Gedanken verloren hielt er den tutenden Hörer in der Hand, Draußen vor seinem Fenster schien die Sonne und vertrieb die Spuren des nächtlichen Gewitterregens. Er fühlte sich miserabel. Das Geräusch ihres Telefonhörers, der hart auf die Gabel knallte, hatte ihm einen Stich versetzt. Zugleich war er erleichtert. Er hätte es keine Sekunde länger ausgehalten, mit ihr zu sprechen. Viel zu viele wirre Gedanken rasten durch seinen Kopf. Er mußte Ordnung in dieses Chaos bringen, sich vergegenwärtigen, was geschehen war was er getan hatte und was noch alles zu tun war. Niemand hatte ihn gesehen, als er mitten in der Nacht durch den Gewitterregen zurück nach Charlottenburg geradelt war. Das Fahrrad hatte er am Lützow-Ufer in den Landwehrkanal geworfen und den Rest des Weges zu Fuß zurückgelegt. Die Vögel hatten gezwitschert, als er endlich in der Nürnberger Straße vor der Tür stand. Immer noch hatte er gehandelt, als habe ihn jemand aufgezogen, mechanisch ohne genau darüber nachzudenken, was er tat. Weil er wusste, was zu tun war. Erstmal möglichst schnell aus den Klamotten, Mantel und Anzug waren ruiniert, die Beton, Dreck und Blutspuren verräterisch. Und den Abdruck seiner braunen Boxkalfs hatte er zigfach im Baustellenschlamm hinterlassen. Schade um die schönen Schuhe, aber auch sie mussten weg. Alles musste verschwinden. Darum wollte er sich heute Morgen kümmern bevor er in seinen kurzen schlaf gesunken war hatte er alles in den kleineren der beiden koffer gepackt mit denen er vor zwei monaten nach berlin gekommen war und ihn wieder unters bett geschoben er stand auf und betrachtete sich in dem kleinen spiegel auf dem frisiertisch eigentlich ganz passabel sah man von den bartstoppeln und den ringen unter den augen ab ein bad würde ihm gut tun er warf seinen hausmantel über und ging hinüber ins speisezimmer. Der Frühstückstisch war abgeräumt, nur an seinem Platz stand noch ein einsames Gedeck. Der Kaffee in der Kanne war kalt, er schenkte sich eine Tasse ein und trank sie in einem Zug leer. Es musste nicht schmecken, es sollte wirken. Appetit hatte er keinen, den Brotkorb rührte er nicht an, er klopfte an die Tür, die zu den Räumen seiner Zimmerwirtin führte, keine Reaktion. War sie nicht zu Hause oder nur beleidigt? Elisabeth, ich nehme ein Bad rief er vorsichtshalber durch die Tür, nicht dass die Behnke gerade jetzt auf die Idee kam, das Badezimmer ihrer Mieter sauber zu machen. Eigentlich glaubte er nicht, dass sie noch auf dumme Gedanken kommen könnte, dennoch schloss er die Tür ab, nachdem er sich mit einem Handtuch und frischen Sachen ins Bad zurückgezogen hatte. Er öffnete die Feuerklappe im Badeofen, zündete etwas Zeitungspapier an und legte ein Brikett nach. Während der Ofen langsam heiß wurde, zog er sich aus. Dann rollte er das Handtuch auseinander und seine verschmutzten Sachen fielen auf die Bodenfliesen. Aus seiner Badetasche holte er eine Schere und schnitt den nach Regen riechenden klammen Stoff in Streifen. Erst den Mantel, dann den Anzug. Fetzen um Fetzen wanderten in den Ofen, bis schließlich alles in den Flammen verschwunden war. Wenig später saß er im warmen Wasser und hing seinen Gedanken nach. Wie er seine Schuhe loswerden wollte, wusste er noch nicht genau, aber wahrscheinlich war es das Beste, sie wie das Fahrrad in den Kanal zu werfen, natürlich an einer anderen Stelle, ein paar Kilometer entfernt. Er musste heute ohnehin noch nach Kreuzberg, und das Haus am Luisenufer lag ganz in der Nähe des Oberhafens. Bevor die Inspektion E seine Dienste wieder in Anspruch nahm, wollte er sich die Wohnung von Svetlana Gräfin Sorokina einmal anschauen. Er musste diesen verfluchten Fall lösen, jetzt erst recht. Irgendwem war er mit seiner Schnüffelei auf die Füße getreten. Der Terrier, den sie ihm auf den Hals gehetzt hatten, bestätigte ihm nur, dass er auf der richtigen Spur sein musste. Marlow hatte seine Finger im Spiel. Wahrscheinlich hatte er auch den kleinen Kerl hinter ihm hergeschickt, der jetzt tot im Beton lag. Irgendetwas hatte Dr. M. mit Boris Tod zu tun, und Gerion Rat würde schon noch herausbekommen, was. Jedenfalls wusste Marlow von dem Sorokin-Gold. Und Alexei Kardakov hatte für ihn gearbeitet und war mit einer Gräfin Sorokina befreundet. Das nette Pärchen war verschwunden, ein dritter Russe war tot. Als er sich aus dem kühler werdenden Badewasser erhob, fühlte er sich schon besser. Langsam kehrte der alte Tatendrang zurück. Bevor er hinausging, schaute er noch kurz in den Badeofen. Er konnte keine Textilreste mehr erkennen, alles Asche. Seinen Lieblingsanzug gab es nicht mehr. Jetzt musste er nur noch die Schuhe loswerden und hoffen, dass die Bauarbeiten im Stralauer Viertel gute Fortschritte machten. Kommen Sie jetzt jeden Sonnabend vorbei, weil Sie wissen, dass mein Hermann da aus dem Haus ist oder warum? Sie hatte ihn gleich wiedererkannt. Im Treppenhaus roch es nach Putzmittel, genau wie vor einer Woche. Schon wieder störte er ihren Hausputz. Der Eimer stand noch im Treppenhaus. Ich muss Ihnen noch ein paar Fragen stellen, Frau Schäffner. Rath verzichtete diesmal darauf, seinen Dienstausweis vorzuzeigen. Sie ließ ihn auch so herein. Er vermied es, sich wieder in den Sessel zu setzen und blieb stehen. Sie wedelte demonstrativ mit einem Staublappen durchs Regal. Diesmal suche ich eine Frau... Na, ich bin ja schon verjeben, wa?« Eine alleinstehende Frau, die hier im Haus wohnt. Rat ließ sich von ihrem anzüglichen Humor nicht beirren. Eine Frau, die seit einiger Zeit verreist ist. Na, warum haben sie das denn nicht schon letzte Woche ihr gesagt? Frauen mich Löcher in den Bauch nach irgendeinem Russen. Sie mähen bestimmt die Steinrück. Na, die hält sich ja für eine ganz feine Dame. Dabei kann sie sich gerade mal so ne kleine Bude unterm Dach leisten. Aber ne Russin ist die nicht, das wüsste ich.« Rat beschloss sich nicht auf die Menschenkenntnis der Portiersfrau zu verlassen. Dass er nach einer Russin suchte, hatte er ihr noch gar nicht erzählt. Es hatte sie auch nicht zu interessieren. Er ließ sich die Wohnung aufschließen. Frau Schäffner holte den Schlüssel aus einem Holzschuppen im Hof und keuchte theatralisch, als sie sich vor ihm das Treppenhaus hinaufquälte. Ingeborg Steinrück wohnte im ersten Hinterhaus ganz oben. Neugierig blieb die Portiersfrau hinter Rad stehen, als er Licht in dem fensterlosen Flur machte. Tut mir leid, dass ich Sie beim Hausputz gestört habe, sagte er und drehte sich zu der Dicken um, aber Sie können jetzt gern weitermachen. Sie schaute ihn verständnislos an. Ich bringe Ihnen den Schlüssel zurück, wenn ich hier fertig bin, schob Rat nach. Oder soll ich ihn einfach in den Schuppen hängen? Das Misstrauen in ihren Augen flackerte kurz auf. Auch enttäuschte Neugier glaubte Rat zu erkennen, doch dann drehte sie sich wortlos um und ging die Treppe hinab. Den Schlüsselbund ließ sie im Schloss stecken. Wenigstens hatte sie so viel Respekt vor der Obrigkeit, dass sie nicht nach einem Durchsuchungsbefehl gefragt hatte. Rat trat ein. Es sah aufgeräumter aus, als er erwartet hatte. Wahrscheinlich das Werk von Ilja Tretschkow. Sogar die Blumen unter den kleinen Dachfenstern, den einzigen natürlichen Lichtquellen hier oben, schienen Wasser bekommen zu haben. Die Wohnung bestand aus einer Dachkammer, in der gerade einmal ein Bett, ein Schrank und ein kleiner Tisch mit einem Stuhl Platz fanden, einer kleinen Küche und einem noch kleineren Bad. Nach der Residenz einer Gräfin, deren Familie über ein sagenhaftes Vermögen verfügte, sah das jedenfalls nicht aus. Einen Hauch von Luxus deutete nur der elektrische Haartrockner an, der im blitzblank geputzten Bad unter dem Spiegel lag. Rats Blick wanderte durch das Zimmer. Er suchte nach irgendeinem Anhaltspunkt, irgendetwas, das ihm sagen konnte, in welche Richtung er seine Ermittlung lenken konnte. Über dem Bett hing ein Bücherregal an der Wand, alles auf Deutsch, kein einziger russischer Titel, nicht einmal russische Autoren. Rat blätterte die Bücher durch, nichts Besonderes, keine Zettel, nichts. Diese Frau hatte sich wirklich alle Mühe gegeben, ihre russischen und aristokratischen Wurzeln zu verbergen. Der Papierkorb unter dem Tisch war leer. Wenn sie wirklich geflohen war, hatte sie bestimmt darauf geachtet, keine Hinweise zurückzulassen, und wenn sie etwas übersehen hatte, musste Tretschkow es längst gefunden haben. Hier sah es aus, als habe der Mann sogar noch einmal durchgefegt. Er fand kein einziges Foto, nicht an den Wänden, nicht auf dem Nachttisch, nicht in den Schubladen, keine Plakate, nichts, das auf ihren Beruf als Sängerin hindeutete. Rat zog das Delphi-Programmheft aus seiner Tasche und warf einen Blick auf das Gesicht. Eine schöne Frau. Warum war sie verschwunden? Es gab nur drei Möglichkeiten. Entweder war sie Hals über Kopf geflohen, man hatte sie entführt oder irgendjemand hatte sie ermordet. War sie mit Kardakov auf und davon? Hatten Stalins Leute sie nach Moskau verschleppt? Oder hatte Kardakov sie ebenso auf dem Gewissen wie Boris, weil er sich das Gold aneignen wollte und die beiden im Weg waren, der Bote und die Besitzerin? Rat wusste zu wenig über seinen Vormieter, um sagen zu können, ob er zu so etwas imstande gewesen wäre. Allerdings hatte er in seinem Beruf lernen müssen, dass Menschen zu viel schlimmeren Dingen in der Lage sind, als man ihnen ansieht. Der Kleiderschrank hing noch voller Kleider. Einfache, aber geschmackvolle Garderobe. Rat nahm ein herbstfarbenes Kleid vom Bügel und betrachtete es. Die Gräfin mußte ein zierliches Persönchen sein. Er wühlte sich durch den ganzen Schrank, auch ein Wintermantel hing dort noch. Hatte sie sich erst nach der Hitzewelle aus dem Staub gemacht? Oder hatte sie ihn zurücklassen müssen? Der Mantel mußte älter sein, als er aussah, das Futter war an einer Stelle eingerissen. Nein, nicht eingerissen, sondern sauber aufgetrennt. Rat untersuchte die Stelle genauer. Es sah aus, als habe jemand etwas aus dem Futter holen wollen, und dieser jemand hatte offensichtlich Erfolg gehabt. Rat suchte den ganzen Mantel ab und fand nichts. Auch das Zimmer nahm er jetzt noch einmal genauer unter die Lupe. Nichts. Kline Schreien. Rat wusste nun, dass er Tretschkow noch einen Besuch abstatten musste. Kurz darauf stand er Frau Schäffner wieder gegenüber. Die hatte sich mit ihrem Putzeimer inzwischen die Treppe im Hinterhaus hochgearbeitet und schaute ihn mit hochrotem, schweißnassem Kopf an. Sie hier? staunte Rat. Haben Sie vorhin nicht noch im Vorderhaustreppe geputzt? Sie japste ausdrucksvoll nach Luft, ihre fetten Oberarme wabbelten, als sie den Lappen geräuschvoll auswrang. Wen so etwa? Mit dem Vorderhaus wäre die Arbeit getan? Na, Sie haben Nerven! Er überhörte den Vorwurf in ihrer Stimme geflissentlich. Es klang so, als ob die ganze Welt daran schuld sei, dass Margarete Scheffner Treppe putzen musste, insbesondere aber die Berliner Polizei und Kriminalkommissar Gereon Rath. »Gute Nerven sind Einstellungsvoraussetzung bei der preußischen Polizei,« sagte er und klimperte mit dem Schlüsselbund. »Und wo soll ich denn jetzt hin damit?« »Gönnen Sie sich mal eine Pause und bringen Sie ihn zurück, ich möchte Ihnen sowieso noch ein paar Fragen stellen. Schon wieder Fragen? Sie ließ den Putzlappen zurück in den Blecheimer fallen und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. Sagen Sie mal, wollen Sie nicht ein Abonnement bei mir lösen? Das macht die Sache vielleicht billiger. Dumm, aber schlagfertig. Er ignorierte ihren Ton. Wenigstens stand sie auf und begleitete ihn nach unten. Wissen Sie, wie lange Frau Steinrück schon verreist ist? fragte er sie noch im Treppenhaus. Was weiß ich, vielleicht zwei Wochen, vielleicht auch länger. Die war ja immer wieder mal weg. Ist irgendwer im Haus näher mit ihr bekannt? Mit der Steinrück? <laughs> so machen Witze, die ist so was Besseres. Die hebt sich doch mit unser ein Jahr nicht ab. Je sehen, hat man so auch selten, hat ja immer lange im Bette hier liegen und war meist erst abends unterwegs. Wie der Herr hier. Wie? Rat deutete auf die Wohnungstür, die sie gerade passiert hatten. Herr Müller, sagte er, der arbeitet doch auch nachts. Er hielt ihr die Tür zum Hof auf und sie wuchtete ihren Körper hindurch. Herr Müller hat wenigstens einen Grund, der jed arbeiten. Frau Steinrück nicht? Sie ist doch Sängerin, oder? Hätte Tatze erzählt, aber singen gehört hat man so selten. Wenn Sie mich fragen, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten für eine Frau nachts ihr Geld zu verdienen. Hatte sie denn manchmal Besuch? Manchmal, immer wieder und ausschließlich Herrenbesuch. Der Russe, dessen Bild ich Ihnen letzte Woche gezeigt habe, war der auch dabei? Woher soll ich das wissen? Wenn die Kerle kamen, war es mir schon dunkel. Sie waren im Vorderhaus angelangt. Sie schloss die Wohnung auf, ging hinein und stutzte, als Rat draußen stehen blieb. Na, was ist? Was soll sein? Kommen Sie nicht mit drin? Äh, danke für die Einladung, aber ich habe alle Fragen gestellt. Auf Wiedersehen. Mit diesen Worten lüftete er seinen Hut, drehte um und ging hinaus. Er konnte sich ihr Gesicht vorstellen, obwohl er ihr den Rücken zudrehte. Es dauerte ungefähr eine Sekunde, da hatte sie ihre Sprache wiedergefunden. »Und dafür lof ich hier übern Hof? Det hätten Sie mich doch auch hinten im Treppenhaus fragen können. Det ist ja wohl...« Was sie sonst noch sagte, konnte er nicht mehr verstehen, nachdem die schwere Haustür ins Schloss gefallen war. Rat gab sich gar nicht erst die Mühe, sein Grinsen zu verkneifen, als er an den großen Fenstern der Milchwirtschaft vorbei zur Hochbahn ging. Es war kurz nach vier, als er in der Burg ankam. Er hoffte, Charlie nicht über den Weg zu laufen, aber die musste das Präsidium eigentlich längst verlassen haben. Den Besuch bei Ilja Tretschkow hätte er sich sparen können, der Trompeter war nicht zu Hause und rat unverrichteter Dinge aus Schöneberg zurückgekehrt. Wenigstens hatte er bei Tietz am Alex einen neuen Anzug erstanden. Ein brauner Cheviot-Anzug für 68 Mark. Ein typischer Bullenanzug, nicht zu teuer, falls man sich das gute Stück im Dienst versaut. Oder in der Freizeit beim Leichenverbuddeln. Für ein neues Paar Schuhe hatte er nochmal fast 20 Mark hingelegt. Sein gestriger Ausflug kam ihm teuer zu stehen. Und einen Mantel musste er sich auch noch zulegen. In seinem alten Trenchcoat sah er aus wie ein Schnüffler der politischen Polizei. Rath stellte die Papiertüten mit seinen Einkäufen auf den Schreibtisch. Bruno und der Frischling waren noch nicht da, und er beschloss, die neuen Sachen schon mal anzuziehen. Er war gerade dabei, sich das Hemd in die neue Hose zu stopfen, als das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte. Rat, Kriminalpolizei. Hier ebenfalls. So meldete sich nur einer, Kriminaldirektor Engelbert Rat. Herzlichen Glückwunsch, dessen wohlmeinende Ratschläge konnte er jetzt am allerwenigsten gebrauchen. Ah, oh, was für eine Überraschung, knurrte Gerion in den Hörer. Woher weißt du, dass ich noch im Büro bin? Er klemmte den Hörer mit der Schulter fest und zog sich weiter an, während er seinem Vater zuhörte. Ich bin Kriminalist, mein Junge, sagte Engelbert Rath und lachte sein kurzes, lautes Lachen. Selbst durch das Telefon klang sein Vater wie jemand, der einem die Hand auf die Schulter legt und eine Zigarre in den Mund schiebt, während er auf einen einredet. Spaß beiseite. Deine Zimmerwirtin hat mir gesagt, dass du heute Nachmittag arbeitest. Gut so. Immer Einsatz zeigen. Elisabeth Behnke war an sein Telefon gegangen. Das hatte sie in seinem Zimmer zu suchen? Neugierige Kuh. Gut, dass er den kleinen Koffer heute Morgen mitgenommen und entsorgt hatte. Und du? Du sitzt noch in der krebsgasse oder? Gut kombiniert, mein Junge. Nenn es kriminalistischen Instinkt, sagte er, während er den Gürtel zuschnallte. Du solltest deine Sekretärin früher gehen lassen. Zu Hause klappern keine Schreibmaschinen im Nebenraum. Wie geht's denn, Mutter? Na, du weißt ja ihre Knie. Sonst geht's ihr gut. Sie lässt dich schön grüßen. Die Stimme von Engelbert Rath bekam einen väterlich-familiären Ton. Melde dich doch mal bei ihr, sagte er. Sie möchte so gern wissen, wie es dir in Berlin ergeht. Möchte sie auch wissen, wie es ihrem Sohn in New York so ergeht? Was soll diese Anspielung? Wenn sie wissen will, wie es mir geht, dann soll sie mich anrufen und fragen. Du weißt doch, wie sie ist. Sie möchte sich nicht aufdrängen. Dabei freut sie sich so, wenn du dich mal meldest. Ich bin gerade mal zwei Monate weg. Junge, ich bitte dich ja nur. Schon gut. Ich ruf sie die Tage mal an. Na, siehst du. Und was gibt's bei dir Neues? Ich habe gestern einen Menschen verschaut, dachte Gerion, aber sonst geht alles einen gewohnten Gang. Ich hatte viel um die Ohren. Wir haben heute Nacht einen großen Einsatz. Die Razzia! Karl hat mir davon erzählt. Der alte Herr hatte also wieder mal mit Dortzwiebel telefoniert, aber immerhin nahm man die Arbeit der Inspektion E in der Chefetage wahr. Du machst dich gut, mein Junge, fuhr sein Vater fort. Der Polizeipräsident hält große Stücke auf dich. Ich hoffe nicht nur wegen meines Nachnamens. Nun sei doch nicht so empfindlich. Es ist eben etwas gewöhnungsbedürftig, wenn der eigene Vater deine Vorgesetzten duzt. Aber das kennst du doch. Richtig, das kannte Gerion nur zu gut. Im Kölner Polizeipräsidium war Kriminaldirektor Engelbert Rath nicht nur ein hoher Polizeibeamter, sondern eine Legende. Jemand, mit dem so ungefähr alle hohen Beamten der Krebsgasse Perdue waren und meist auch stolz darauf. Die Versetzung nach Berlin hatte Gerion als Chance gesehen, endlich ohne den Schatten seines Vaters arbeiten zu können, aber der Schatten reichte weit. Was hat denn die alte Dörzwiebel so erzählt? Ach oh, komm schon, du weißt, dass ich diesen Spitznamen nicht mag. Natürlich wusste er das. Deswegen hatte er ihn ja benutzt. Schon gut, ist mir so rausgerutscht. Du hast dich inzwischen ganz gut eingelebt im Sittendezernat, hab ich gehört. Wie man's nimmt, ist immer noch nicht mein Lieblingsressort, auch wenn's heute Abend zur Abwechslung mal rund geht. Dank deiner Arbeit, mein Junge. Glaub mir, das ist auch ganz oben bekannt, dass du den entscheidenden Durchbruch erzielt hast. Vielleicht kannst du bald wieder in einem interessanteren Ressort arbeiten. Karl meinte, dass du bald einer Mordkommission zugeteilt wirst. Ach, das ist hier so üblich. Nichts Besonderes, da kommt jeder mal an die Reihe. Und nach vier Wochen heißt es, zurück ins Glied. Mag sein. Aber Karl kennt dich noch aus Köln. Er weiß, dass du in der Sitte nichts verloren hast. Demnächst wird in der Inspektion A eine Planstelle frei. Soll mit einem Kommissar besetzt werden. Aha. Er ahnte schon, was jetzt kam. Karl würde sie gern mit dir besetzen. Natürlich kann er Gennert gegenüber nicht mit deinen Kölner Referenzen argumentieren. Das bleibt Verschlusssache. Nicht, dass die alten Geschichten wieder nach oben kommen, aber er will dir eine Chance geben, dein Talent zu zeigen. Was soll das heißen? Er spürte, wie sein Tonfall aggressiver wurde. Konnte sich der Alte nicht einfach mal aus seinem Leben heraushalten? Nun werd nicht gleich böse. Du weißt, der Polizeipräsident legt größten Wert darauf, dass jeder Mitarbeiter nach seinen besonderen Fähigkeiten eingesetzt wird. Karl hat mit dem Leiter der Mordinspektion schon darüber gesprochen, dir nach Möglichkeit eine verantwortliche Aufgabe in einer Mordkommission zu übertragen. Und wenn du das erfolgreich meisterst, mein Junge, und daran hegen wir doch alle keinerlei Zweifel, dann hast du beste Aussichten auf den freien Posten. Na, ist das eine gute Nachricht? Er starrte wie in Trance auf den Stadtplan an der Stirnseite ihres Büros, auf dem die sündigsten Orte Berlins mit bunten Fähnchen markiert waren. Das hatte der Alte ja prima eingefädelt. Da war sie. Die große Chance für Kriminalkommissar Gerion Rath. Zörgiebel selbst wollte ihn in die Inspektion A hieven, nach einer kleinen Anschubhilfe durch Engelbert Rath. Bislang hat mir hier noch niemand gesagt, dass ich überhaupt in die Mordinspektion komme, sagte er, geschweige denn, was ich dort Tolles leisten soll. Ein lauer Protest. Er ärgerte sich über sich selbst, nicht nur über diese Antwort. Immer wenn er mit seinem Vater sprach, kam er sich irgendwann vor wie ein kleiner Junge. Was hatte er in einer Woche schon erreicht? Einen Unterweltboss aufgeschreckt, die russische Kolonie in Berlin gegen sich aufgebracht und des Nachts heimlich eine Leiche verschwinden lassen. Herzlichen Glückwunsch, eine tolle Bilanz. Hätte sein Vater nur einen Tag früher angerufen, wäre all das nie geschehen. Kein Schuss, kein Toter. Er hätte weiter seinen Dienst in der E geschoben und der Versetzung zur A gelassen entgegengesehen. Hätte, wäre, könnte. Die ungeduldige Stimme Engelbert Rats riss ihn aus seinen Gedanken. Oder? Knarzte es noch einmal aus dem Hörer. Er hatte keine Ahnung, worauf sich dieses Oder bezog. Wie bitte? Hörst du mir überhaupt zu? Die Verbindung war gerade so schlecht. Ich habe gesagt, dass du offiziell auch jetzt noch nichts davon weißt, aber ich denke, es ist besser, du bist informiert, oder? Du kennst doch meine Devise. Wissen ist Macht. Der alte Wahlspruch. Rat hatte immer schon gedacht, dass sein Vater besser bei der politischen Polizei aufgehoben wäre. Obwohl die Sonne schon vor vielen Stunden hinter den Häusern verschwunden war, lag immer noch eine angenehme sommerliche Wärme in den Straßen. Das Theater am Nollendorfplatz spuckte gerade das Publikum der letzten Vorstellung aus, als zwei Lastwagen um die Ecke bogen und in die Motzstraße rasten. Die Kinobesucher sahen den Wagen nach, die wenige Meter hinter der amerikanischen Kirche mit quietschenden Reifen hielten. Die Ladeklappen öffneten sich fast gleichzeitig und nacheinander sprangen blau uniformierte Männer auf den Asphalt. Da schien etwas los zu sein. Einige Kinogänger erwarteten offensichtlich eine Fortsetzung des Films im richtigen Leben und schlenderten neugierig dorthin. Andere schlugen unauffällig die entgegengesetzte Richtung ein. Für manche Nachtschwärmer gab es Gründe, den Kontakt mit der Polizei nicht gerade zu suchen, nicht einmal als Schaulustige. Rat stand neben Wolter an einem der grünen Opel auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beobachtete das Spektakel. Im Fond saß Stefan Jähnicke neben einem bleichen Mann, dessen Hände mit Handschellen ans Verdeckscharnier gekettet waren. Sie hatten den Wachtposten, der sich unauffällig vor der Pille herumgetrieben hatte, vor wenigen Minuten erst überwältigt. Der Onkel hatte keine Mühe gehabt, dem Mann bei einem kleinen Tät im Wageninneren das Klopfzeichen zu entlocken, mit dem sich die stählerne Tür des Kellerlokals wie von Zauberhand öffnen ließ. Dann war er ausgestiegen und hatte dem Zivilbeamten am Nollendorfplatz das vereinbarte Signal gegeben. Es hatte keine zwei Minuten gedauert, bis die beiden Lastwagen anrollten. Rat und Wolter überquerten die Straße und die einsatzbereiten Schupos schauten sie erwartungsvoll an. Auf einen kurzen Wink Wolters folgten sie den beiden Kriminalbeamten durch einen Hofeingang. Der Onkel ging eine Treppe hinunter und klopfte an die unscheinbare Souterrahtür. Dreimal kurz, zweimal lang, das war's schon, und in der Stahltür öffnete sich eine Klappe. Gedämpfte Musik war zu hören. Du bist aber spät dran, Süßer, sagte eine überraschend helle Stimme. In der Klappe war ein Augenpaar zu erkennen, in dem die Pupillen aufgeregt von rechts nach links tanzten. Offensichtlich vermisste da jemand den Wachhund, der die Gäste normalerweise zur Pforte führte und anklopfte. Wo steckt denn Johnny? Die Stimme klang plötzlich misstrauisch und gar nicht mehr einladend. Der ist mal eben pinkeln, sagte Wolter und steckte im selben Moment den Lauf seiner P08 durch die Klappe. Aber ich und meine Freunde, wir kommen doch auch so rein, oder? Die Tür öffnete sich und gab den Blick frei auf einen hageren Transvestiten im grünen Samtkleid, der die etwas zu muskulösen Arme in die Höhe streckte. Kommst du vom roten Hugo? Du bist lebensmüde, wenn du hier Ärger machen willst, damit kommt ihr nicht durch. Wir sind nicht lebensmüde, wir sind viele. Wolter wies mit einer kurzen Kopfbewegung die Treppe hoch. Und außerdem haben wir Uniformen, Schätzchen. Richte dich schon mal darauf ein, dass du heute Nacht am Alex übernachten darfst. Er reichte den Mann in Frauenkleidern nach hinten durch, wo er von zwei Schubos in Empfang genommen und mit Handschellen versehen wurde. Ein Trupp ging mit Wolter und Rat hinein, der andere blieb draußen, um die Kunden zu versorgen und die Nummernschilder der Autos zu notieren, die vor dem Hoftor parkten. Als die Männer in den blauen Uniformen die Treppe hinunterstiegen und in den langen, dunklen Gang traten, der zu den eigentlichen Vergnügungsräumen führte, setzte hektische Betriebsamkeit ein. Ein halbes Dutzend Männer lungerte dort herum und einige schienen erst jetzt zu begreifen, was los war. Wolter hatte die Blechmarke auf seiner Weste freigelegt und ging mit langsamen Schritten und gezückter Waffe das Kellergewölbe entlang. Auch Rat hatte seine Mauser gezogen und folgte dem Kollegen. Erst jetzt fiel ihm ein, dass er sie seit dem Zwischenfall gestern nicht nachgeladen hatte. Er betete, bei diesem Einsatz hier keinen Schuss abgeben zu müssen, sonst würde am Ende noch auffallen, daß in seinem Magazin eine Patrone fehlte. Hinter ihnen rückten die Schupos vor, ebenfalls mit gezogener Waffe. Sie trieben die Männer vor sich her, einige ergaben sich in ihr Schicksal, die meisten liefen davon. Es ging zu wie in einem Fuchsbau. Die Füchse flüchteten zum zweiten Ausgang, nicht ahnend, dass auch dort eine Meute Hunde wartete, scharfe Hunde. Einen Lastwagen hatten sie an der Kleiststraße postiert, an einem Hof, den man über den Hinterausgang der Pille erreichen konnte. Dort wartete ein Trupp abgebrühter Uniformierter, die nicht lange fackelten, denn dorthin würden vor allem die fliehen, die sich in diesem Kellerlabyrinth bestens auskannten, die harten Jungs. Die Musik wurde lauter und plötzlich standen sie in einem großen Gewölbe, in dem nur wenige schummrige Lampen brannten. Am hellsten war es auf der Bühne, die von einem Scheinwerfer in grelles Licht getaucht wurde. Zwei Frauen umarmten sich und führten dabei so etwas wie einen Tanz auf, allerdings passten ihre Bewegungen nicht immer zu den Klängen der Kapelle. Als sie die Wand der blau uniformierten Männer bemerkten, die sich am Eingang aufgebaut hatte, hielten sie sich aneinander fest, als würden sie frieren. Vielleicht schämten sie sich auch, dabei waren sie nicht einmal ganz nackt. Überhaupt war der Laden verhältnismäßig harmlos, fand Rat. Im Venuskeller war es wilder zugegangen. Die beiden Kriminalkommissare stellten sich in aller Ruhe vor die Schupos und schauten sich in dem Gewölbe um. Sie hatten keine Eile, die fliehenden Männer zu verfolgen, sie wussten, dass niemand entkommen würde. Hinten führte eine Tür in das nächste Gewölbe, soweit sie wussten, war der Raum genauso groß wie der, in dem sie sich befanden, allerdings in viele kleine Separés aufgeteilt. Wer dort hinein wollte, musste etwas mehr Geld springen lassen als hier vorne, wo man nur einen offenbar recht harmlosen Striptease geboten bekam. Wolter steckte seine Waffe ein, stemmte die Daumen in den Gürtel und versuchte, sich Gehör zu verschaffen, doch seine Stimme wurde immer noch von der Musik übertönt. Es dauerte einen Moment, bis die Kapelle die Situation erfasst hatte. Die Klarinette hörte als letztes aufzuspielen, dann brauchte es noch eine Weile, bis das allgemeine Gemurmel abebbte und Wolters Stimme verständlich wurde. Darf ich Sie bitten, Ruhe zu bewahren? Dies ist eine polizeiliche Maßnahme. Wir werden Sie lediglich zum Polizeipräsidium bringen, dort Ihre Personalien feststellen und eine kurze Aussage aufnehmen, dann können Sie wieder gehen. Diese Aktion richtet sich gegen die Betreiber dieses illegalen Lokals, nicht gegen seine Besucher. Gefügig wie die Lämmer ließen sich die meisten Gäste abführen, auch die Musiker machten keine Anstalten zu fliehen. Das Personal hinter der Theke blieb ebenfalls ruhig, nur wenige rannten nach hinten, wo auch schon die Männer aus dem Gang verschwunden waren. Normalerweise passte ein gut gebauter Angestellter auf, dass sich niemand in das zweite Gewölbe verirrte, der nicht auch dafür bezahlt hatte, nun aber konnte jeder passieren. Aus dem Hinterraum war Geschrei zu hören, eine halbnackte Frau kam durch die Tür, sah die Uniformierten und drehte gleich wieder um. Langsam legte sich das Chaos durcheinanderlaufender Leute und der Raum leerte sich. Rat gab Wolter ein Zeichen, dass er nach hinten gehen würde und winkte vier Schubbos zu sich. Sie kümmerten sich nicht um die Separés, auf deren Betten immer noch Männer saßen, die sich hastig ankleideten. Die Frauen waren verschwunden, nur ein paar Kleidungsstücke waren liegen geblieben. Hinter einer weiteren Tür öffnete sich ein langer, düsterer Gang, an dessen Decke Abwasserrohre zu erkennen waren. Rath schaltete die Taschenlampe ein, die er eigens für diesen Einsatz eingesteckt hatte. Rechts führte der Weg durch weitere verwinkelte Gänge zum Hinterhof an der Kleiststraße. Der Kommissar führte seine Leute in die andere Richtung. Das Ende des Gewölbegangs markierte eine Stahltür, hinter der das Leiern einer Orgel zu hören war. Jetzt würde sich zeigen, ob Krajewski zu trauen war. Rat machte die Taschenlampe wieder aus. Man konnte nicht wissen, ob dieser Raum bewacht war, und wenn, dann gab eine Taschenlampe ein zu gutes Ziel ab. Die Tür war fest verschlossen, er versetzte ihr einen wohlgezielten Tritt genau in Höhe des Schlosses, und sie schwang auf, den Blick in einen dunklen Raum freigebend. Nur ein Lichtkegel, der durch den in der Luft stehenden Zigarettenrauch flimmerte, erhellte die Dunkelheit, eine Filmorgel spielte schwülstige Musik, eine merkwürdige Mischung aus der Marseillaise und Heil dir im Siegerkranz. Niemand schaute sich nach den Eindringlingen um, die Orgel übertönte alle anderen Geräusche und das Geschehen auf der Leinwand zog offensichtlich alle in seinen Bann. Auch die Schupos, die hinter Rat in den Raum traten. Die Leinwand war deutlich kleiner als die im Gloria-Palast, doch der Film hätte wahrscheinlich auch die größten Kinosäle der Stadt gefüllt, wenn er denn legal dort hätte abgespielt werden dürfen. Ein noch ziemlich rüstiger Kaiser Wilhelm, diesmal der Erste, trieb es mit einer Frau, die der französischen Kaiserin Eugenie sehr ähnlich sah, während Napoleon der Dritte daneben auf einem Stuhl saß und wutschnaubend und gefesselt zuschaute. Als nettes Detail stand noch ein Bismarck-Porträt auf dem Nachttisch. Unverkennbar die Handschrift von Johann König, diesmal in bewegten Bildern. Rat ging zu der Organistin hinüber, deren Augen ganz auf den Film konzentriert waren, und tippte ihr leicht auf die Schulter. Sie erschrak, hörte aber erst auf zu spielen, als er den Zeigefinger an die Lippe führte. Mit dem Verstummen der Orgel war für einen kurzen Moment nur vereinzeltes Stöhnen und das Surren des Projektors zu hören, dann erstarben auch die Stöhngeräusche, bevor das Aufleuchten von Rats Taschenlampe den Startschuss zu einem vorübergehenden Tumult gab. Frauen, die offensichtlich in den Tiefen der Kinositze gehockt hatten, sprangen auf und zupften sich die Kleidung zurecht. Sie sahen weniger erschrocken aus als die Männer im Saal, deren Gesichter der Kegel der Taschenlampe in ein bizarres Licht tauchte. Ein korpulenter älterer Herr, dem die durch den Film und die Dienste einer jungen Frau hervorgerufene Erregung noch anzusehen war, zog eilig seine Hosen hoch. Die anderen Männer im Raum, rund zwei Dutzend, waren mit ähnlichen Dingen beschäftigt. Mit Damen oder allein. Dies ist ein Polizeieinsatz, meine Herren, sagte Rat. Ich darf Sie bitten, sich den Ordnungskräften zur Verfügung zu halten. Unverschämtheit, brummte der Dicke, der sich eben noch die Hosen über seine Erektion gezogen hatte. Das wird noch Folgen haben, junger Mann. Das können Sie mit mir nicht machen. Ich kann, sagte Rat und wandte sich den Schuhpost zu. Den geilen Fettsack hier spart ihr auf jeden Fall in eine Zelle. Der Dicke wollte protestieren, doch zwei Uniformierte hatten ihn schon in ihre Mitte genommen und führten ihn nach draußen. Das werden Sie noch bereuen, das verspreche ich Ihnen, hörte er den Dicken noch draußen toben. Ich bin ein Bekannter des Innenministers, ein Skandal ist das. Sie sagen es, rief Rat ihm hinterher. Nicht der erste Mann mit angeblich prominenten Freunden, der Ihnen heute Abend in die Hände gefallen war? Wer wirklich über Verbindungen bis in Regierungs- oder ähnliche Kreise verfügte, das würden sie spätestens nächste Woche erfahren, wenn die entsprechenden Proteste den Polizeipräsidenten erreicht hatten. Doch Rath bezweifelte, dass da viel kommen würde. Die meisten, selbst wenn sie wirklich über Einfluss verfügten, würden sich lieber mit einer Nacht im Polizeigewahrsam am Alex zufrieden geben, über die sie nicht weiter sprachen, als zuzugeben, dass sie sich in illegalen, zwielichtigen Nachtclubs herumgetrieben hatten. Es dauerte keine halbe Stunde und alle waren versandfertig, Besucher wie Angestellte. rat sah den beiden Lastwagen hinterher, die von der Motzstraße zum Alex rollten. Der grüne Opel parkte noch am Straßenrand. Aus dem hinteren Seitenfenster schaute der Türsteher, Johnny, wie ihn die Transe genannt hatte. Laut Ausweis trug er den biederen Namen Wilfried Jonen. rat hatte das Gefühl, der Mann sei im Verlauf der letzten halben Stunde noch bleicher geworden, kein Wunder. Johnny hatte jeden Augenblick damit rechnen müssen, dass mit all dem bunten Volk, das da auf die Lastwagen verfrachtet wurde, auch seine Arbeitgeber an ihm vorbeispazierten. Nicht gut, dann in einem Bullenwagen zu sitzen? Wahrscheinlich hatte Johnny Glück gehabt, die meisten Offiziellen dürften in der Kleiststraße auf die Reise zum Alex warten. Stefan Jähnicke saß mit einem derart eingefrorenen Gesicht auf der Rückbank, wie es wohl nur Ostpreußen zustande bekam, nicht die kleinste Gemütsregung war ihm anzusehen. Rat wusste, dass der Frischling in der vergangenen halben Stunde kein Wort mit dem Türsteher gewechselt hatte. So etwas brachten nicht einmal die Ostwestfalen fertig, mit denen Rat in Köln zusammengearbeitet hatte. Jänicke war genau der richtige Mann für so einen Job. Nichts machte einen Ganoven dieses Kalibers nervöser als ein Bulle, der kein Wort sprach. Wilfried, Johnny, Jonen würde weichgekocht sein, bevor er das Präsidium überhaupt erreicht hatte. Wolter zeigte auf seine Armbanduhr und hielt fünf Finger in die Höhe, Jernicke nickte. rat folgte dem Onkel in die Katakomben der Pille, vor der noch ein einsamer Schupo Wache schob. Mit erhobenen Dienstausweisen traten sie an der anderen Seite aus dem Keller, doch der Hof war leer. Der Motor des Lastwagens in der Kleiststraße lief bereits, obwohl die Ladeklappe noch offen war, zwei Schupos machten sich daran zu schaffen. Die beiden Kriminalbeamten grüßten und traten näher. Rat warf einen kurzen Blick auf die Ladefläche, konnte aber nicht viel erkennen. »Du bist aber ein Süßer,« sagte eine weibliche Stimme. »Vielleicht sollten wir zwei heute noch was unternehmen.« Ein paar Frauen fanden das lustig, doch das Kichern wurde von einem männlich rabiaten Schnauze abgewirkt. Nicht zu erkennen, ob es von einem Kollegen drinnen im Wagen oder von einem Zuhälter stammte.« Während Wolter noch ein paar Worte mit den beiden Schupos wechselte, trat Rat etwas beiseite und zündete sich eine Zigarette an. Diese Razzia war ihre letzte heute gewesen. Insgesamt neun illegale Nachtlokale hatten sie in dieser Nacht ausgehoben. Bei den meisten Einsätzen waren sie selbst vor Ort gewesen, von einer Aushebung zur nächsten gerast, einem minutiösen Zeitplan folgend. Und nun war's vorbei. Tief inhalierte Rat den Rauch seiner Zigarette, als wäre es Sauerstoff. Bruno stand neben dem Beamten, der gerade die Klappe des letzten Lastwagens verriegelte und als Wache zurückbleiben sollte. Nachdem sich das Fahrzeug brummend in Bewegung gesetzt hatte, sagte der Onkel noch etwas zu dem Schupo und kam herüber. Noch im Gehen holte er seine Zigarettenschachtel aus der Jacke. Die haben wir uns verdient, was? sagte er, als er rauchend neben Rat stand. Elftes Gebot, du sollst deinem Chef nicht widersprechen. Froh, dass es vorbei ist? Rat nickte. Du siehst müde aus. Wolter schaute ihn an. Letzte Nacht wenig geschlafen? Die Ränder unter den Augen sagten alles. Das konnte man nicht verstecken. Rat zuckte mit den Schultern. So eine Aktion ist schließlich auch nicht alltäglich. Stimmt, hätte auch voll in die Hose gehen können. Aber jetzt kannst du wieder aufatmen. Keinen Laden dabei, den wir nicht zurecht auseinandergenommen haben. Keiner, der Lunte gerochen hat. Und den Eulenlanke Lanke haben wir auch nicht beim Bumsen erwischt. Besser kann's doch nicht laufen. Rat musste grinsen, als er sich den Chef der Inspektion E mit einer Nutte in Aktion vorstellte. Aber Bruno hatte recht. Es hatte kaum Pannen gegeben. Höchstens eine Handvoll Nachtschwärmer war entkommen. Dafür waren ihnen in jedem Lokal ein paar harte Jungs ins Netz gegangen. Und an Beweismaterial hatten sie einiges mitnehmen können. In manchen Läden hatten die Betreiber sogar fein säuberlich Buch geführt. Den Sinn einer solchen Aktion sah Rat allerdings immer noch nicht ein. Verbrecherkaschemmen ausheben, Drogenverstecke, Waffenlager, das alles machte Sinn. Aber Nachtlokale? Wenn die Leute sich vergnügen wollten, sollten sie sich vergnügen. Wolter klopfte ihm auf die Schulter. Nun, mein Junge, nicht so nachdenklich. Ich hätte den Kopf schon nicht abgerissen, wenn heute Abend eine Niete dabei gewesen wäre. Wir haben die Aktion zusammen geplant, und wenn irgendwas daneben gegangen wäre, dann hätte ich meinen dicken Schädel schon dafür hingehalten. Und da hätte Lanke lange dran reißen können, der hält was aus. Es ist ja alles glatt gelaufen. Ja. Und wenn sich die rund drei Dutzend engsten Freunde des Innenministers, des Reichskanzlers und des Kaisers von China, die wir heute zum Alex geschickt haben, nicht noch beschweren, dann dürften wir wohl keinen Ärger bekommen. Wolter schaute auf die Uhr. Ja, in zwei Stunden müssen wir durch sein. Hältst du dich so lange noch auf den Beinen? Eine Kanne starker Kaffee, ein paar Zigaretten und ich drehe dir bis übermorgen die härtesten Kerle durch die Mangel. Aber ja, wir wollen mal nicht übertreiben. Spätestens um drei machen wir Schluss. Wenn du willst, bringe ich dich nach Hause. Heute noch ein bisschen aussortieren. Die eigentliche Arbeit wartet sowieso morgen auf uns. Und da solltest du ausgeschlafen sein. Wird ein langer Tag. Das wird Stefan nicht gerade freuen. Wieso? Das macht ihm seinen Fußballsonntag kaputt. Spielt Hertha morgen nicht in der Plumpe? Apropos, wir sollten mal nach ihm schauen. Nicht, dass er sich noch Sorgen macht. Sie warfen ihre Zigaretten auf das Pflaster und gingen an dem Wachtposten vorbei zurück in den Keller. Lanke hat sich neulich übrigens nach dir erkundigt, sagte Wolter beiläufig, als Rats Taschenlampe ihm den Weg zurück durch das Labyrinth leuchtete. So? Hat mich sogar zu Hause angerufen. Das erste Mal, dass ich diese Ehre hatte. Wollte wissen, wie du dich so machst. Klang ganz väterlich. Man konnte richtig Angst bekommen. Das hörte sich ganz so an, als ob sich der Polizeipräsident beim Chef der Inspektion E schon nach dem Sohn seines dudes erkundigt hatte. Allein wäre Lanke nie auf diese Idee gekommen. Rat merkte, dass auch Bruno neugierig war, was dahinter stecken konnte. Ob er etwas ahnte? Und? Fragte Rat. Was wohl? Ich habe ihm erzählt, dass du der störrischste Provinzbulle bist, den ich jemals einarbeiten musste. Ich meine, was wollte Lanke genau wissen? Schwer zu sagen bei dem Mann. Klang aber komischerweise nicht so, als suche er nach irgendwelchen Verfehlungen, die er dir aufs Brot schmieren könnte. Ganz im Gegenteil. Klang ganz erfreut, als ich ihm erzählte, auf wessen Kappe unser jüngster Ermittlungserfolg geht. Natürlich, dachte Rat Lanke wittert wieder Morgenluft. Wenn Zörgiebel hatte durchblicken lassen, dass er daran dachte, einen Mann von der E abzuziehen und zur A zu versetzen, dann würde Lanke nur einwilligen, wenn er dafür Ersatz bekäme. Ersatz aus dem Kriminalamt Köpenick Ob Bruno genau das befürchtete? dass sie ihm nun doch noch Lanke Junior ins Nest setzten? Gedanken verloren ging Rat weiter und leuchtete ihnen den Weg. Bruno war es schließlich, der die Stille unterbrach. Hast du dich schon bei der A beworben? fragte er unvermittelt. Wie bitte? Konnte der Mann Gedanken lesen? Man munkelt, dass da bald eine Stelle frei wird, nachdem der Kollege Röder es vorzieht, seine Heldentaten in Buchform und das Volk zu bringen, anstatt weiter die Drecksarbeit für Genner zu machen. Röder will weg? fragte Rat, und seine Überraschung war echt. Erwin Röder war in der ganzen Burg für seine Eitelkeit berüchtigt und hatte mehrere Bücher über seine durchweg heldenhaften Einsätze als Kriminalkommissar verfasst, die in Kollegenkreisen allerdings eher Schmunzeln als Bewunderung ausgelöst hatten zumal sich Kollege Röder wie ein Westentaschen Sherlock Holmes in den dämlichsten Tarnverkleidungen hatte ablichten lassen. Nun hatte er also die Konsequenzen aus seiner bei den hohen Tieren nicht gern gesehenen Schriftstellertätigkeit gezogen, vielleicht hatten ihn Surgiebel und Weiß auch vor die Wahl gestellt. So sehr der Polizeipräsident und sein Vize die Zusammenarbeit mit der Presse schätzten, nichts ärgerte sie mehr, als wenn ein Kommissar in der Öffentlichkeit bekannter wurde als sie selbst. Außerdem sagte man Röder gewisse antisemitische Tendenzen nach und auf so etwas reagierte der Polizeivizepräsident seit den nicht abreißenden Isidor-Attacken im Angriff allergisch. Bruno ließ nicht locker. Also hast du dich beworben, hakte er nach. Nein, konnte Rat guten Gewissens sagen. Du gehst auch nicht bereits einer Nebentätigkeit für die A nach? Was wird denn das hier ein Verhör? Rat war stehen geblieben und leuchtete Wolter mit der Taschenlampe ins Gesicht. Er überlegte fieberhaft. Was konnte Bruno wissen? Damals, bei seinem Besuch in der Nürnberger Straße, hatte er da doch etwas gesehen? Hatte Elisabeth Behnke ihm etwas über Kardakows Nachlass erzählt? Oder hatte Böhm ein entsprechendes Gerücht in die Welt gesetzt? Andererseits war das nun alles Schnee von gestern. Er brauchte den Fall Wassermann nicht mehr. Der Albtraum Freitag Nacht war zugleich der Schlussstrich unter all die eigenmächtigen Ermittlungen, die von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden hatten. Keine Heimlichkeiten mehr, in ständiger Angst erwischt zu werden, wie er gegen die Dienstvorschriften verstieß und seine Kompetenzen überschritt, das alles war vorbei. Auch wenn es ihn wurmte, diesen Fall aufzugeben, gerade jetzt, wo er seiner Lösung offenbar einen großen Schritt näher gekommen war. Wenn das ein Verhör wäre, dann müssten wir dein Gesicht anstrahlen und nicht meines, meinte Wolter und blinzelte. Er schien Rat direkt in die Augen zu schauen, obwohl er die in der Dunkelheit und geblendet von einer Taschenlampe beim besten Willen nicht sehen konnte. Ich frage mich nur, wie du darauf kommst, dass ich für die A ermittle. Vor zwei Wochen ungefähr habe ich ein Foto bekommen wie jeder andere Kriminalbeamte in der Burg, und das war's dann auch. Wenn du das Nebentätigkeit nennst, dann gestehe ich hiermit. Aber ich dachte, mit diesem Thema wären wir längst durch. Du hast ja recht, sagte Bruno. Das hat schon einmal einen unnützen Streit heraufbeschworen. Das müssen wir nicht wiederholen. Nein, das müssen wir nicht. Rat ließ den Lichtkegel wieder auf den Boden schwenken und sie gingen weiter. Du weißt, dass ich gern in die Mordinspektion möchte. Und früher oder später werde ich meine Chance nutzen. Ich spiele mit offenen Karten. Sie hatten den Hinterhof in der Motzstraße erreicht und verabschiedeten sich von dem blauen am Haupteingang der Pille. In der Hofeinfahrt blieb Wolter unter dem dunklen Torbogen stehen, bevor sie wieder auf die Straße traten. Er legte Rat die Hand auf die Schulter. Machen wir uns nichts vor, sagte er. Wie es aussieht, war die Aktion Nachtfalke vorerst unser letzter gemeinsamer Einsatz für Sittendezernat. Wenn ich Lankes Anruf richtig verstanden habe, wirst du nächste Woche auf Gastspielreise in die Mordinspektion gehen. Rat schaute ihn an, konnte aber seine Augen im Schatten nicht erkennen. Wenn das so wäre, hätte ich doch längst was hören müssen, beschwichtigte er den Kollegen. Mich hat noch kein Mensch informiert. <laughs> Informieren? Das ist auch nicht unbedingt nötig. Wolter lachte und imitierte einen schnarrenden Kasernenhofton. Du hast zu tun, was dir deine Vorgesetzten sagen, kapiert? Mitten in unseren Ermittlungen das Lizernat wechseln? So ein Blödsinn. Blödsinn? Der Onkel zuckte mit den Schultern. Da könntest du recht haben. Aber glaub mir, sowas hat in der Burg noch niemanden gestört. Wenn Gennard Leute braucht, dann bekommt er die. Die Uhr im großen Konferenzsaal des Polizeipräsidiums zeigte halb eins und es herrschte ein Rummel wie im Wartesaal des Anhalterbahnhofs, ein Eindruck, den das Durcheinander unzähliger Stimmen noch verstärkte. Sämtliche Lampen brannten und tauchten den Saal in taghelles Licht, das die dunkle Nacht draußen in Vergessenheit geraten ließ. Alles war an die Wand gerückt, nur acht Tische standen fein säuberlich in einer Reihe, ein jeder mit zwei Kriminalbeamten besetzt, einem von der Inspektion I, dem Erkennungsdienst, meist einfach nur ED genannt, und einer von der Inspektion E, unter deren Federführung die Aktion lief. An jedem Tisch standen die Wartenden in langen Schlangen, bewacht von einigen Schupos. Nachtschwärmer aus neun illegalen Kellerlokalen, die in den vergangenen Stunden Besuch von der Polizei erhalten hatten, da standen Männer, die noch die Kellnerschürze umgebunden hatten, neben Gigolos in eleganter Abendgarderobe, Zwielichtige Typen in auffällig teuren Anzügen neben seriösen Herren, die ihrem Aussehen nach mindestens Geheimrat oder Generaldirektor sein mussten. Noch bunter sahen die Warteschlangen aus, die sich vor den beiden Tischen gebildet hatten, die mit Beamtinnen der Inspektion G besetzt waren, der weiblichen Kriminalpolizei. Dort stand jung neben alt, schwarz neben weiß, einige Mädchen sahen so jung aus, als seien sie noch minderjährig. In einer Reihe langweilten sich Damen, die nichts anderes trugen als preußische Uniformjacken aus den vergangenen zwei Jahrhunderten. Das musste die Truppe aus dem Pegasus sein. Viele waren spärlich bekleidet und hatten sich nur notdürftig etwas überziehen können, manchmal nicht mehr als einen Herrenmantel. Nicht immer mit dem Einverständnis des Besitzers. Wenn einer der Bestohlenen sein gutes Stück am Körper der Frau entdeckte, mit der es sich vor wenigen Stunden noch gemütlich gemacht hatte, hagelte es lautes Protestgeschrei. Rat beobachtete das Treiben, gerade erst waren sie in der Burg angekommen. Bruno und der Frischling waren mit Johnny, dem überrumpelten Türsteher der Pille, noch im Vernehmungsraum. Johnny wollten sie sich heute noch vornehmen, der war reif. Rat wusste, dass der Mann auspacken würde, vor allem wenn er erfuhr, dass er sonst nicht zu seinen Kumpels in die Zelle durfte. Und wenn er da nicht erschien, würde ihn das verdächtiger machen als alles andere. Die Zellen füllten sich nur langsam, der größte Teil ihres Fangs befand sich noch im Konferenzsaal, was wie Chaos wirkte, hatte durchaus System. War einer in der Schlange ganz vorn angelangt, folgte immer die gleiche Prozedur, Ausweispapiere vorlegen, Leibesvisitation, ein paar Fragen. Wer sich als unbescholtener Bürger ausweisen konnte und nicht in den Akten des Erkennungsdienstes vermerkt war, Wer keine verbotenen Dinge wie Rauschgift, pornografische Bilder oder sogar Waffen bei sich trug, der konnte seine Papiere wieder einstecken und nach Hause gehen, vorausgesetzt er hatte sich nicht in irgendeiner anderen Form verdächtig gemacht. Wer nicht hinausspazieren durfte, wurde den Uniformierten draußen auf dem Gang übergeben, wanderte zunächst zum Fotografen des E.D. und dann ins Polizeigefängnis der Burg. Der Polizeiapparat lief wie geschmiert, hier im Konferenzsaal hatten sie eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer sich blicken zu lassen, das war Ehrensache. Sie hatten die Aktion Nachtfalke zu verantworten, die den Beamten im Saal eine Nachtschicht beschert hatte, und das am Wochenende. Rat schlenderte ziellos durch die Reihen, es konnte nicht schaden, hier die Augen offen zu halten, erste Eindrücke sammeln und überlegen, wie die Verhöre morgen anzugehen waren. Über 500 Leute hatten sie heute eingesammelt. Davon würde schätzungsweise ein Sechstel nach Aufnahme der Personalien den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Immer noch 80 bis 90. Die mussten alle vernommen werden. Sie hier, junger Freund, was für eine Überraschung. Tja, wenn man nicht aufpasst, in den Pegasus gehe ich nicht noch einmal, das sage ich Ihnen. Rat drehte sich um. Oppenberg, der Filmfritze aus dem Venuskeller, strahlte ihn an. Ausgerechnet der, der Mann, der ihm Kokain spendiert hatte. Die Razzia hatte ihm die Laune nicht verderben können. Vielleicht war er sowas ja gewöhnt. Oppenberg wurde vertraulich. Machen Sie sich mal keine Sorgen, flüsterte er. Die Bullen lassen uns schon wieder gehen. Hauptsache, Sie haben Ihre Papiere dabei und keinen Schnee in der Tasche. Rat kam gar nicht dazu zu antworten. Der Kerl war genauso redselig wie bei ihrer ersten Begegnung. Wo hat man Sie denn aufgegabelt? Waren Sie wieder im Venuskeller? Neulich waren Sie so schnell verschwunden. Vivian hat Sie ziemlich vermisst. Na was soll's, unseren Spaß hatten wir trotzdem. Er knuffte Rat in die Seite, während er sich umschaute. Wahrscheinlich nach dem Engel. Nichts zu sehen von Vivian. Vielleicht war sie den Schupus entkommen. Rat hätte ihr das ohne Weiteres zugetraut. Einer der blauuniformierten Aufpasser hatte die Szene bemerkt und drängelte sich nach vorne. »Ruhe, Freundchen,« sagte er und tippte Oppenbergs Schulter unsanft mit dem Gummiknüppel an. »Nun lassen Sie mal den Herrn Kommissar zufrieden.« Überrascht schaute der Filmproduzent erst den Schupo und dann den Kriminalkommissar an. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke, dann ließ Rath seine Augen auf den Uniformierten schwenken. »Schon gut, Herr Wachtmeister.« sagte er zu den Blauen, der Herr hat mich nur auf etwas Wichtiges aufmerksam gemacht. Bevor sich Rat noch unbehaglicher fühlen konnte, lenkte ein lauter Schrei alle ab, alle Köpfe drehten sich in eine Richtung. Am anderen Ende des Saales mussten ein paar Wachen eingreifen, als zwei Männer aufeinander losgehen wollten, die sich in den Warteschlangen offenbar wiedererkannt hatten. Was sie einander vorwarfen, war nicht zu verstehen, doch beide hatten hochrote Köpfe. Zuhälter, vermutete Rat, der den Tumult nutzte und sich unauffällig von Oppenberg entfernte. Die Beamten trennten die Streithähne und brachten sie nach draußen. Wer sich hier so benahm, hatte sich eine Nacht in der Zelle redlich verdient, da brauchte es keine weiteren Untersuchungen. Die Begegnung mit dem Filmfritzen hatte Rat wieder an die letzte Nacht erinnert die er am liebsten nicht nur aus seinem Gedächtnis, sondern auch aus seinem Leben streichen würde. Ganz schön was los hier, was? Bruno stand neben ihm, wie aus dem Nichts gewachsen. Rat nickte. Nicht so langweilig wie Zargiebels Versammlung. Na, ja, endlich mal Leben in der Bude. Und? fragte Rat. Singt unser Mann schon ein bisschen? Ist sturer als ich dachte. Obwohl ich ihm klar gemacht habe, was ihm blühen kann. Der Blondschopf ist jetzt bei ihm. Mal abwarten, wer länger schweigen kann. Das nächste bekannte Gesicht entdeckte Rat rechtzeitig. Eigentlich waren es sogar gleich zwei. Die Visagen der beiden muskelbepackten Russen aus der Kakadu-Bar, die die ihn gegen ihren Willen auf das Café Berlin und damit auf Kardakows Spur gebracht hatten. Auch beim Warten auf die erkennungsdienstliche Überprüfung schienen die beiden unzertrennlich zu sein, das Narbengesicht und sein vierschrötiger Freund. Rat hätte eher geglaubt, den beiden im Kakadu noch einmal über den Weg zu laufen, als ausgerechnet in der Burg. Das Narbengesicht war gerade an der Reihe und legte seinen gelben Ausweis auf den Tisch. Das erinnerte Rat an die Papiere, die er dem Kokainhändler im Café Berlin abgenommen hatte wurde Zeit, die im Fundbüro abzugeben. Er spürte, wie mit der Erinnerung an jenen Abend auch seine Neugier wieder wach wurde. Diese beiden Russen hatten ihm damals unmissverständlich gedroht. Zwei Wachhunde, die ihren Landsmann vor der deutschen Polizei abschirmten? Jedenfalls waren sie näher dran an Kardakov als alle anderen, mit denen er bislang zu tun gehabt hatte. Das spürte er. Vielleicht gehörten sie ja alle zu diesem ominösen politischen Geheimbund. Während er mit Bruno zu einer der weiblichen Warteschlangen ging, achtete er darauf, den Russen das Gesicht nach Möglichkeit nicht direkt zuzuwenden. Die mussten ihn hier nicht vor aller Augen erkennen. Immer wieder schaute er aus den Augenwinkeln hinüber, während Wolter mit einer Kommissarin von der Inspektion G sprach und bemerkte schnell, dass er sich keine große Mühe geben musste, weil die Russen ihrerseits wegschauten, etwas zu auffällig wegschauten, als dass sie ihn nicht bemerkt haben konnten. Umso besser, dachte Rat, die beiden scheinen auch nicht wild darauf zu sein, wieder mit dir aneinander zu geraten. Der Beamte vom ED prüfte den Pass des Narbengesichts genau, trug die Personalien in seine Liste ein und blätterte im Verbrecheralbum, während der Kollege von der Sitte den Mann durchsuchte, in alle Taschen fasste und ihn von oben bis unten gründlich abtastete. Er schüttelte den Kopf, als er fertig war. Negativ. Der ED-Mann allerdings schien etwas in der Akte gefunden zu haben und machte eine längere Notiz. Nach Hause gehen durfte der Russe jedenfalls nicht, er wurde abgeführt. Seinem Freund erging es ebenso. Beide trugen ihr Schicksal mit stoischer Gelassenheit. Eine Nacht hinter Gittern schien für sie nichts Erschreckendes zu haben. Als Rat und Wolter den Tisch erreichten, waren die Russen längst unterwegs in den Zellentrakt. Der Onkel duzte den Sittenbeamten, Rat kannte ihn nur flüchtig. Während Wolter mit dem Kollegen sprach, schaute Rat dem ED-Beamten unauffällig über die Schulter. Sauklaue. Die beiden Namen auf der Liste waren gar nicht so einfach zu entziffern. Nikita I. Fallin, glaubte Rat zu lesen. Das musste das Narbengesicht sein. Und darunter stand ein Name, den er als Vitali P. Selensky oder Gelensky las. Beide waren sie in der Bar Noir aufgegriffen worden, einem kleinen Laden in der Nähe des Winterfeldplatzes. Die Razzia war parallel zu der in der Pille gelaufen. Die Notizen in der Spalte Bemerkungen konnte Rat unmöglich lesen, ebenso wenig die Adressen. Was soll's, dachte er und wandte den Blick von der Liste. Bruno schielte schon herüber und schien sich über die Neugier des Kollegen zu wundern. Rat ließ seinen Blick wieder über das Durcheinander im Konferenzsaal schweifen und schaute sich um. Jetzt fehlte nur noch, dass er gleich auch noch Kardakov in einer der Warteschlangen entdeckte. Mittlerweile hielt er alles für möglich, das Schicksal hatte manchmal einen seltsamen Sinn für Humor. Doch statt des verschwundenen Russen erspähte er einen anderen guten Bekannten. Der Mann schlenderte gelassen durch die Reihen, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. In seiner Abendgarderobe unterschied er sich kaum von den besser gekleideten Nachtschwärmern, nur wegen seines aufmerksamen Fuchsgesichts und des leicht gebeugten Gangs war er Rat aufgefallen, ein gebeugter Gang, der dem Mann den Spitznamen der krumme Lanke eingebracht hatte. Kein Zweifel, Kriminalrat Werner Lanke, der Chef der Inspektion E, nahm höchstpersönlich die Parade ab und hatte dafür offensichtlich sogar seine Wochenendvergnügungen abgebrochen. Rat stieß Wolter an und deutete verstohlen auf den Chef. »Jetzt wundert mich auch nicht mehr, dass wir Lanke nicht in einem der Bumslokale erwischt haben,« flüsterte er. Der wußte Bescheid. »Tja, da habe ich mich wohl verplappert. Kann passieren, wenn der Chef einen zu Hause anruft.« Als Lanke sie entdeckte, kroch ein Lächeln auf sein Gesicht und er unterbrach sein Schlendern, um Kurs auf die beiden Sittenkommissare zu nehmen. Rat fühlte sich unbehaglich unangenehm, diesen Mann lächeln zu sehen, beinahe noch unangenehmer, als von ihm angeschnauzt zu werden. Kriminalrat Werner Lanke schien tatsächlich bester Laune zu sein. Na, meine Herren, begrüßte er sie preußisch knapp, läuft ja blendend, wie in den alten Zeiten. Jawohl, Herr Kriminalrat! Wolter wußte, was sich gehörte, und machte Meldung. Aktion Nachtfalke erfolgreich verlaufen! Ja, da haben sie eine ganze Menge Kroppzeug aufgegabelt. Sind sogar ein paar dicke Fische dabei, wie mir Kronberg vom ED eben sagte. Die Läden, die sie da ausgehoben haben, scheinen ja die reinsten Verbrecherhöhlen zu sein. Hm, wie man's nimmt, Herr Kriminalrat, sind auch viele unbescholtene Bürger dabei. Hoffen vor allem mit dieser Aktion der Unsitte der illegalen Nachtlokale erstmal einen Dämpfer verpasst zu haben. Einige Herren dürften mit dem heutigen Abend empfindliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. So ist richtig, dem Laster keine Chance. Rat, der als Rangniedrigster Beamter bislang bescheiden geschwiegen hatte, erschrak fast, als sich der Kriminalrat plötzlich ihm zuwandte und zu allem Überfluss auch noch vertraulich zu flüstern begann. Na, junger Freund, da haben Sie sich ja gut eingelebt bei uns, was? Junger Freund, so hatte Lanke ihn noch nie genannt. So hatte der Krumme wahrscheinlich noch nie irgendjemanden genannt. Rat nickte kurz, irritiert lächelnd, als ihm der Inspektionsleiter die Hand auf die Schulter legte und ihn beiseite nahm. Ihr Anteil an dieser Sache ist nicht unbeobachtet geblieben, glauben Sie mir. Sie standen jetzt an einem der Fenster, die zur Alexanderstraße hinausführten, in einigem Abstand von dem Trubel im Saal. Die ungewohnte Freundlichkeit seines Chefs ließ Rat frösteln. Weiter oben ist man auf Sie aufmerksam geworden, sagte Lanke. So wie er dabei mit den Augen nach oben deutete, hätte man glauben können, dass für Werner Lanke weiter oben nur noch Gott kommen konnte. Ich weiß, Sie sind noch nicht lange bei uns, fuhr er fort, aber was würden Sie davon halten, wenn man Ihnen in einer anderen Inspektion möglicherweise eine Aufgabe mit noch mehr Verantwortung überträgt? Ich verstehe nicht ganz, Herr Kriminalrat. Sie werden nächste Woche in der Mordinspektion arbeiten", sagte Lanke. Wie Sie vielleicht wissen, stellt auch die Inspektion E den Mordermittlern immer mal wieder einige Kriminalbeamte zur Verfügung im vier wochen -Rhythmus. Er machte mit dem Zeigefinger eine Drehbewegung. Rotation. Sie verstehen? Rat nickte beflissen. Nun diesmal ist es etwas anders als sonst. Lanke klang wie ein Patenonkel, der gleich ein Geschenk aus der Tasche zieht. Der Polizeipräsident hat angefragt, ob ich ihm einen Beamten empfehlen könne, der auch in der Lage ist, gegebenenfalls Verantwortung zu übernehmen. In der A herrscht derzeit ein ziemlicher Personalengpass. Die brauchen jemanden mit Erfahrung. Vielleicht auch auf Dauer. Rat ahnte, was jetzt kam. Richtig, der krumme Lanke verkaufte ihm die Strippen, die Engelbert rat längst gezogen hatte, als seine eigenen. »Und da habe ich natürlich gleich an Sie gedacht,« fuhr Lanke fort. »Sie mit Ihren Fähigkeiten. Bruno Wolter hält große Stücke auf Sie, müssen Sie wissen. Doch ich habe ihm schon gesagt, solche Leute wie Kommissar Rath sind schwer zu halten, die werden in anderen Inspektionen gebraucht.« Sie Könnten mir tatsächlich einen Einsatz in der Mordinspektion vermitteln? Lanke nickte. »Mein Wort gilt etwas in der Burg,« sagte er. »Ich hoffe, Sie ahnen, welch große Ehre ein Einsatz in der Inspektion A bedeutet. Der Kollege Gennard nimmt nur die Besten.« Aber ich habe mich gerade erst in Ihrer Inspektion eingearbeitet, Herr Kriminalrat. Da kann ich Sie und Oberkommissar Wolter doch nicht gleich wieder im Stich lassen. Dankbar ergriff Rat die Chance, den krummen Lanker ein wenig zu ärgern. Wissen Sie, wir haben noch so viel Arbeit vor uns. Die Aktion Nachtfalke hat heute doch gerade erst angefangen. Vernehmungen stehen an, das muss alles noch ausgewertet und für die Staatsanwaltschaft aufgearbeitet werden. Dafür haben wir doch genügend Leute in der E. Und um Wolter machen Sie sich mal keine Sorgen, der versteht das. Rat gab sich weiterhin skeptisch. Vielleicht sollte ich erst mal eine Nacht über diese Sache schlafen. Wenn die Aktion Nachtfalke abgeschlossen ist, dann kann man ja immer noch darüber. Ich fürchte, Sie haben mich nicht ganz verstanden. So schnell, als habe er einen Schalter umgelegt, verfiel Lanke, wieder in den Tonfall, den Rat von ihm gewohnt war. Ich bin Ihr Vorgesetzter, mein lieber Herr Kommissar, und wenn ich sage, Sie sind der beste Mann, den ich der Inspektion A geben kann, dann sind Sie das. Montagmorgen Punkt 8 melden Sie sich bei Kriminalrat Gernert. Verstanden? Jawohl, Herr Kriminalrat. Nur mit Mühe konnte Rat sich ein Grinsen verkneifen und gab seinem Gesicht einen typisch preußischen Beamtenausdruck, Enttäuschung überdeckt von striktem Gehorsam. Lanke schien das zu gefallen. Er setzte seinerseits ein Lächeln auf. Na sehen Sie, sagte er und klopfte Rat auf die Schulter. Na verstehen wir uns ja. Und übrigens, der Chef der Sitte beugte sich ein letztes Mal zu Rat und flüsterte jetzt auch wieder. Ich erwarte keinen Dank. Freuen Sie sich im Stillen. Morgen ist Ihr letzter Arbeitstag in meiner Abteilung. Ich will Sie in der Inspektion E nicht mehr sehen, mein Freund. Die Kollegen sahen ihn erwartungsvoll an, als er an den Tisch zurückkehrte. Kaum war Lanke weit genug weg, konnte Bruno seine Neugier nicht länger im Zaum halten. Und? fragte er mit einer Kopfbewegung in Richtung Lanke, der gebeugten Gangs bereits wieder dem Ausgang zustrebte. Wann ist es soweit? Wie? Rat schaute den Kollegen fragend an. Was sollte das jetzt? Na, wann heiratet ihr? fragte der Onkel mit bierernster Miene. Dann prustete er los. In sein Lachen fielen auch die beiden anderen Beamten ein. Wieder eine kurze Nacht. Gegen halb vier war er ins Bett gefallen, um halb acht weckte ihn ein gewaltiger Krach irgendwo in der Wohnung. Elisabeth Behnke war laut geworden. Hatte Weinert etwa vergessen, seine Frauen rechtzeitig aus dem Haus zu schaffen? Wahrscheinlich reichte auch weniger, um die Behnke auf die Palme zu bringen. Die Laune seiner Vermieterin hatte sich in den vergangenen Tagen zunehmend verschlechtert. Schon bei Kleinigkeiten geriet sie aus dem Häuschen. Er musste erst um zehn in der Burg sein und versuchte wieder einzuschlafen, wenigstens ein halbes Stündchen noch. Zwecklos, kaum war er dabei, wegzunicken, ging das Geschrei wieder los. Er gab sich geschlagen und stand auf. Ein Blick in den Spiegel sagte ihm, dass er nicht besser aussah als gestern. Die Ränder unter den Augen hatten ihre Stellung gehalten, aber wenigstens fühlte er sich heute besser. Die Gespenster, die ihn gestern noch verfolgt hatten, waren verschwunden. Je deutlicher er sich den gestrigen Tag wieder ins Gedächtnis rief, desto besser wurde seine Laune. Montagmorgen melden Sie sich bei Kriminalrat Gennard. Der erste Befehl Lankes, dem er gerne Folge leisten wollte. Natürlich hatten Sie darüber gesprochen, als Bruno ihn nach Hause gefahren hatte. Der Onkel hatte nur genickt, als er von Lankes Anordnung hörte. Hab' ich dir doch gesagt, sollte das wohl heißen. Rat war noch einen Moment sitzen geblieben, als der schwarze Ford in der Nürnberger Straße hielt. Ihm war der Abschied an der Autotür schon vorgekommen wie ein Abschied von der Inspektion E, wie ein Abschied von einem Kollegen, wie er ihn in der Inspektion A wohl nicht mehr finden würde. Wenn dir die Säcke in der A zu sehr auf die Nerven gehen, dann komm ich einfach besuchen, hatte Bruno ihm nachgerufen. Dann war der Ford die Nürnberger Straße hinuntergefahren. Der Himmel draußen strahlte unverschämt blau. Rat hatte keine Lust, sich diesen Morgen von einer schlecht gelaunten Elisabeth Behnke verderben zu lassen. Richtiges Wetter für ein Frühstück im Josti am Potsdamer Platz. Morgens schien die Sonne durch die Leipziger Straße genau auf die Terrasse des Cafés. Sein Versuch, Elisabeth Behnke aus dem Weg zu gehen, schlug fehl. Beinahe wäre er über sie gefallen was suchte die zimmerwirtin auch am frühen morgen ausgerechnet im badezimmer ihrer mieter wütend funkelte sie ihn an während sie an der geöffneten klappe des badeofens hockte und mit einem schürstab in der asche herumfuhrwerkte na fauchte sie gut geschlafen der herr kommissar er ignorierte ihren tonfall o oh ja danke sehr gut antwortete er und wußte daß er sie mit übertriebener freundlichkeit mehr provozieren konnte als mit allem anderen nur bin ich ein wenig lautstark geweckt worden. Sie pfefferte den Schürhaken in die Asche, dass es staubte und stand auf. Wollen der Herr etwa auch ein Bad nehmen und sich beschweren, daß der Ofen nicht gereinigt ist? Also deswegen hatte es heute Morgen Streit gegeben. Rat konnte sich nicht vorstellen, daß Weiner den gesucht hatte. Aber Elisabeth, setzte er an, komm mir nicht mit Elisabeth. Sie war ernsthaft wütend. Kannst du mir mal sagen, was diese Sauerei hier soll? Er verstand immer noch nicht, was sie meinte. Sie hockte sich wieder vor den Ofen, stocherte wütend mit dem Haken herum und zog schließlich einen langen, nur halb verbrannten Stoffstreifen hervor. Rat erschrak, der letzte Rest seines Anzugs. Kannst du mir mal verraten, warum du Putzlappen in den Badeofen steckst? Und sag mir nicht, du wärst es nicht gewesen. Weinert hat den Badeofen wegen diesem Mist heute Morgen nicht anbekommen und ist stinksauer und ungebadet in die Redaktion gefahren. Aber sowas ist dir ja egal. Ihr kümmert euch um gar nichts. Da ist ja die olle Behnke, die immer die Drecksarbeit macht. Tut mir leid. Er bedauerte es tatsächlich. Warum hatte er gestern nicht genauer in den Ofen geschaut? Komm. Lass mal, ich mach das schon weg. Er streckte seine Hand nach dem Stoff aus, plötzlich fing sie an zu schluchzen und hielt sich ihre rußgeschwärzten Hände vors Gesicht. Der Anzug Fetzen fiel zu Boden. Er merkte, dass es ihr peinlich war, in seiner Gegenwart zu weinen, am liebsten hätte er sie in den Arm genommen und beruhigt, aber das wäre so ziemlich das Falscheste gewesen, was er in dieser Situation hätte tun können. Hilflos stand er neben ihr. Elisabeth ist doch schon gut. Ich hab nicht nachgedacht. Der alte Lappen musste weg und... Sie stand auf und sah ihn aus verweinten und schwarz verschmierten Augen an. Warum kannst du nicht einfach ein Arschloch sein? sagte sie und verschwand durch die Tür. Er sah auf die Sauerei vor dem Badeofen und seufzte, dann begann er sauber zu machen. Er war früher als sonst in der Burg. Doch niemand im Büro, er hatte die Zeit genutzt, die Listen in Ruhe zu studieren. Tatsächlich waren ihnen auch einige der Frauen in die Fänge geraten, deren Redseligkeit sie die Aktion Nachtfalke überhaupt erst zu verdanken hatten. Kreisch-Silvie etwa hatten sie in der Bar Noir aufgegriffen, die rote Sophie im blauen Holunder. Die Damen fühlten sich nach ihrer Entlassung aus dem Polizeigewahrsam vor einer Woche offensichtlich schon so sicher, dass sie ihre Arbeit wieder aufgenommen hatten. Rat hätte darauf wetten können, dass sie auch für pornografische Aufnahmen bereits wieder Modell standen bzw. lagen. Nur nicht im Atelier von Johann König, denn der saß noch in Moabit in Untersuchungshaft. Kreisch-Silvi hatte Rat erst einmal angespuckt, als sie ihn wiedererkannte. Er hatte sich die Truppe aus der Bar Noir vorgenommen. Nicht, weil er auf ein Wiedersehen mit Silvia Walkowski großen Wert gelegt hätte, aber auf der Liste standen zwei Namen, die seine Neugier geweckt hatten, seit er sie gestern Abend zum ersten Mal gelesen hatte. Nikita Ivanovich Fallin und Vitali Piotrowitsch Zelensky, so hießen sie mit vollem Namen. Aufschlussreicher waren die Bemerkungen, die der ED den Personalien gestern hinzugefügt hatte. Fallin, der erste in der Liste, also das Narbengesicht, war im Februar 1926 wegen schwerer Körperverletzung aufgefallen. In die Spalte darunter, hinter Selenskys Namen, hatte der Beamte nur Dito zu schreiben brauchen. Damals schon waren die beiden also unzertrennlich gewesen und zögerten offensichtlich nicht, ihre Muskelkraft auch einmal einzusetzen. Er hatte sich eine Stenotypistin und einen Vernehmungsraum besorgt und ließ sich die Kunden in der Reihenfolge vorführen, wie sie auf der Liste vermerkt waren. Sein besonderes Interesse an den Russen wollte er niemandem auf die Nase binden. Rat musste sich durch eine ganze Parade mehr oder weniger vorlauter Kleinganoven und mehr oder weniger unschuldiger Familienväter arbeiten und sich von Kreisch-Silvi anspucken lassen, bis die Liste endlich bis zu den beiden Männern abgehakt war. Endlich! Als er jedoch mit einem Beamten im Zellentrakt telefonierte, um sich den ersten Russen in den Vernehmungsraum schicken zu lassen, erlebte er eine Überraschung. Zuerst glaubte er, sich verhört zu haben was soll das heißen ist nicht mehr da er brüllte fast in den hörer was den gefangenenwärter am anderen ende der leitung aber nicht aus der ruhe brachte rat hörte papier rascheln als der mann in seinen unterlagen blätterte nikita iwanowitsch Fallin ist heute morgen entlassen worden sagte der wärter zusammen mit einem anderen russen wieder raschelte es vitali pjotrjewitsch selenski der auch? Jetzt brüllte Rat wirklich. Wer zum Teufel hat denn das veranlasst? Der Polizeipräsident. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass, da, dass Herr Zörgiebel persönlich bei Ihnen reinspaziert und Gefangene auf freien Fuß setzt. Natürlich nicht. Seine Unterschrift und sein Stempel reichen, um das zu veranlassen. Und wer hat Ihnen die Entlassungspapiere gebracht? Die lagen heute Morgen im Posteingang, wie meistens in solchen Fällen. Wie meinen Sie das? Spezialbehandlung. Sie arbeiten wohl noch nicht so lange bei uns, was? Ich weiß nur, dass zwei wichtige Zeugen verschwunden sind. Rat wurde wieder lauter. Ignorantes Preußenpack. Nur regen Sie sich mal nicht so auf, Sie haben ja die Adresse. Können Sie die Zeugen doch zu Hause besuchen. So machen Ihre Kollegen das normalerweise. Rat knallte den Hörer auf die Gabel, bevor er dazu kam, den Tatbestand der Beamtenbeleidigung zu erfüllen. Wutschnaubend stürmte er aus dem Vernehmungsraum. Der Onkel unterhielt sich gerade mit einem Mann, dessen Frack und Zylinder von der Nacht im Polizeigewahrsam reichlich mitgenommen aussahen. Beide schauten überrascht auf, als Rat durch die Tür stürmte und erst vor Wolters Schreibtisch halt machte. Kannst du kurz unterbrechen? fragte Rat. Wolter befahl dem Uniformierten draußen auf dem Gang ein Auge auf den Frackträger zu werfen und ging mit Rat nach draußen. Der Onkel zog ihn in eine Nische, die zum Lichthof führte. Bist du noch bei Trost? zischte er, als sie unter sich waren. Du kannst doch nicht einfach so in mein Büro stürmen und ein Verhör unterbrechen. Das ist immer noch unser Büro. Lass deine Spitzfindigkeiten. Ich hoffe, du hast eine wichtige Nachricht. Entschuldige, aber es ist kaum zu glauben, was hier in diesem Haus passiert. Nun beruhige dich erstmal. Rat erzählte, was geschehen war. Ach, Spezialbehandlung, sagst du? Wolter lachte. Na, dann hast du wohl Pech gehabt. Rat verstand nicht ganz. Da hat einer seine acht Groschenjungs rausgehauen. Die beiden Männer waren wohl die Spitzel eines Kollegen. Das ist so üblich. Wir wollen ja nicht, dass unsere Informanten im Knast sitzen. Da nützen sie uns nicht viel. Deswegen hat man wohl dafür gesorgt, dass sie wieder rauskommen. Aber wer? Wolter zuckte mit den Schultern. Puh, keine Ahnung. Politische Polizei, Kripo. Jeder kann's gewesen sein. Ja, aber das wird man ja wohl nachverfolgen können. Wenn ich den Barnausen erwische, der die Typen wieder rauslässt, die ich eingesperrt habe, dann kann er sich warm anziehen. Wolter schüttelte den Kopf. Nachverfolgen? Hm, da wirst du wohl auf Granit beißen. Die Kollegen lassen sich in Sachen Informanten nicht so gern in die Karten gucken. Normalerweise reicht ein vertrauliches Schreiben an den Polizeipräsidenten, der stellt die entsprechenden Entlassungspapiere aus und fertig. Zur Giebel ist doch heute überhaupt nicht im Dienst. Der Polizeipräsident ist immer im Dienst, merkt ihr das? Auch am Wochenende bekommt er jeden Morgen die dringlichsten Papiere in seine Dienstwohnung geliefert. Die unterschreibt er dann beim Frühstück. Beim Frühstück lässt der PP die Leute wieder frei, die wir in der Nacht mühsam eingefangen haben? No, komm, nur mach mal halblang. Da sind ja keine Verbrecher freigelassen worden. Wir haben Leute, die im falschen Lokal waren, für eine Nacht festgehalten. Länger als 24 Stunden dürfen wir das sowieso nicht ohne Haftbefehl. Die waren nicht mal zehn Stunden eingesperrt. Aus gutem Grund haben wir die gestern Abend noch nicht nach Hause gehen lassen. Die sind vorbestraft, alle beide. Wenn du glaubst, dass du einer großen Sache auf der Spur bist, dann kannst du sie ja zu Hause besuchen. Ja, genau das haben sie mir im Polizeigefängnis auch gesagt. Na siehst du. Ich verstehe das immer noch nicht. Und warum hat der Kollege seine Informanten nicht einfach vor der Razzia gewarnt? Stattdessen so eine krumme Nummer. Rat musste daran denken, wie er Krajewski vor wenigen Tagen im Haus Vaterland davon abgeraten hatte, am Samstagabend auszugehen. Warnen? Wie stellst du dir das denn vor? Einem Spitzel kannst du grundsätzlich nicht trauen. Schon, dass sie für dich arbeiten, ist Beweis genug, dass sie keinen Charakter haben. Und so einem willst du vertrauliche Informationen zukommen lassen? Na, dann doch lieber so eine krumme Nummer, wie du es nennst. Das leuchtete ein. Rat beschloss Bruno besser nichts von dem Treffen im Haus Vaterland zu erzählen, das er Krajewski gewarnt hatte. Glaub mir, es ist gar nicht so verkehrt, wenn solche Typen auch mal von uns eingesagt werden. Kannst du dich noch an unsere Hausdurchsuchung bei Kaiser Wilhelm erinnern? Sowas verschafft Respekt. Ab und zu müssen die Jungs daran erinnert werden, dass sie auf dünnem Eis stehen, sonst wären sie übermütig. Außerdem sind deine Spitzel bei ihren eigenen Leuten glaubwürdiger, wenn sie ab und zu auch mal Ärger mit den Bullen haben. Aber nicht, wenn sie vorzeitig entlassen werden. Das bekommt doch kein Mensch mit. Für ihre Kumpels in der Zelle sieht das so aus, als würden sie zum Verhör geführt und von uns in die Mangel genommen. Und ihrem Freund und Gönner sind sie nach ihrer unverhofften Freilassung wieder ein paar Gefallen schuldig. So läuft das. Du musst dir deine Informanten gefügig halten. Es passiert schnell, dass so einer frech wird. Dann musst du ihm zeigen, wer der Chef ist. Wer es in der Hand hat, ob er Schwierigkeiten bekommt oder nicht. Kurz darauf saß Rath wieder im Verhörzimmer und arbeitete die Liste weiter ab, Namen für Namen. Vom Rest ihres Fangs aus der Bar Noir war niemand vorzeitig entlassen worden, einen nach dem anderen ließ er sie aus dem Zellentrakt herüberbringen. Ergiebig waren die Verhörzimmer.